Kapitel 14 Ich konnte es mir nicht verkneifen. Der Scherz war heraus, bevor ich es verhindern konnte. Nein! Sie hockte auf der Bettkante und biss sich auf die Unterlippe. Vielleicht ist Retten nicht das richtige Wort. Aber wir müssen ihn holen. Er sitzt in Los Angeles fest. Ich rieb mir die Augen, während ich mich aufrichtete, und wartete dann einige Sekunden ab nur für den Fall, dass das Ganze ein Traum war. Aber nein, nichts veränderte sich. Ich nahm mein Handy vom Nachttisch und stöhnte, als ich das Display sah. Jill, es ist noch nicht mal sechs. Ich wollte fragen, ob Adrian so früh überhaupt wach wäre, aber dann fiel mir ein, dass er wahrscheinlich nach einem nächtlichen Zeitplan lebte. Wenn man Maura sich selbst überließ, ging sie ungefähr zu der Zeit zu Bett, die für uns später Vormittag war. Ich weiß, erwiderte sie kleinlaut. Es tut mir leid. Ich würde nicht fragen, wenn es nicht wichtig wäre. Er hat sich gestern Nacht dorthin mitnehmen lassen, weil er diese, diese Maura-Mädchen wiedersehen wollte. Ja. Lee sollte eigentlich auch in LA sein. Daher dachte Adrian, er hätte eine Mitfahrgelegenheit zurück nach Hause. Nur, dass er Lee nicht erreichen kann. Also, kommt er jetzt nicht zurück. Ich meine, Adrian, er sitzt auf dem Trockenen und ist völlig hinüber. Ich wollte mich wieder hinlegen. Da habe ich nicht viel Mitleid. Vielleicht wird er die Lektion lernen. Sydney, bitte. Ich legte mir einen Arm über die Augen. Wenn ich so aussah, als schliefe ich, würde sie mich vielleicht in Ruhe lassen. Plötzlich schoss mir eine Frage durch den Kopf, und ich riss den Arm weg. Woher weißt du das alles überhaupt? Hat er angerufen? Ich hatte zwar keinen super leichten Schlaf, aber ihr Telefon hätte ich trotzdem läuten hören. Jill wandte den Blick ab. Stirnrunzelnd richtete ich mich auf. Jill, woher weißt du das? Bitte, flüsterte sie, können wir ihn nicht einfach abholen? Nicht, bevor du mir erzählt hast, was los ist. Ein unheimliches Gefühl kroch mir über die Haut. Ich hatte schon vor einiger Zeit den Eindruck, dass etwas Großes vor mir verborgen gehalten wurde. Und jetzt wusste ich plötzlich, dass ich bald herausfinden würde, was mir die Maura bisher verschwiegen hatten. Du darfst es nicht weiter sagen, meinte sie und sah mir endlich wieder in die Augen. Ich klopfte auf die Tätowierung auf meiner Wange. Wie die Dinge liegen, kann ich es ohnehin kaum jemanden erzählen. Nein, du darfst es niemanden erzählen. Nicht den Alchemisten, nicht Keith, nicht irgendeinem anderen Maura oder Dampier, der es nicht ohnehin schon weiß. Es nicht den Alchemisten erzählen? Das wäre ein Problem. Inmitten all der anderen Verrücktheiten in meinem Leben hatte ich niemals in Frage gestellt, wem meine Loyalität galt, ganz gleich, wie sehr meine Aufträge mich auch in Rage versetzt oder wie viel Zeit ich mit Vampiren verbracht hatte. Ich musste es den Alchemisten berichten, wenn bei Jill und den anderen etwas geschah. Es war eine Pflicht ihnen gegenüber, der Menschheit gegenüber. Natürlich bestand ein Teil meiner Pflicht den Alchemisten gegenüber darin, mich um Jill zu kümmern, und was immer sie gerade plagte, es hing offensichtlich mit ihrem Wohlergehen zusammen. Eine halbe Sekunde lang erwog ich, sie zu hintergehen, verwarf die Idee aber sofort wieder. Das konnte ich nicht. Wenn ich mich entschieden hatte, ihr Geheimnis zu hüten, dann würde ich es auch hüten. Andernfalls wollte ich es sie von vornherein wissen lassen. Ich werde es nicht weiter sagen versprach ich. Ich glaube, die Worte überraschten mich ebenso sehr wie sie. Sie musterte mich in dem fahlen Licht und musste schließlich zu dem Schluss gekommen sein, dass ich die Wahrheit sprach. Sie nickte langsam. Agin und ich sind verbunden. Ich meine mit einem geistigen Band. Meine Augen weiteten sich voller Unglauben. Wie ist das? Plötzlich fügten sich all die fehlenden Teile zu einem Ganzen zusammen. Der Überfall, du, du bist gestorben, sagte Jill unumwunden. Es herrschte eine solche Verwirrung, als die Mora-Attentäter kamen. Alle glaubten, sie hätten es auf Lissa abgesehen. Daher haben die meisten Wächter sie umstellt. Eddie war der Einzige, der sich um mich gekümmert hat, aber er war nicht schnell genug, dieser Mann, er. Jill berührte eine Stelle in der Mitte ihrer Brust und schauderte. Er hat mich erstochen. Er hat mich getötet. Das ist der Punkt, an dem Adrian ins Spiel kam. Er hat Geist eingesetzt, um mich zu heilen und zurückzuholen, und jetzt haben wir ein Band. Alles ging so schnell, niemand hat überhaupt begriffen, was er getan hat. Mir schwirrte der Kopf ein geistiges Band. Geist war ein beunruhigendes Element für die Alchemisten, größtenteils deshalb, weil wir so wenige Unterlagen darüber hatten. Unsere Welt bestand aus Dokumenten und Wissen, daher vermittelte uns jede Lücke darin ein Gefühl der Schwäche. Hinweise auf Geistbenutzung waren im Laufe der Jahrhunderte zwar aufgezeichnet worden, aber niemand hatte wirklich begriffen, dass es ein eigenes Element war. Man hatte diese Ereignisse als zufällige magische Phänomene abgeschrieben. Erst kürzlich, als Vaslissa Drago mir sich offenbart hatte, war Geist wiederentdeckt worden zusammen mit seinen unzähligen psychischen Wirkungen. Sie und Rose hatten ein geistiges Band gehabt, das einzig moderne Band, das wir dokumentiert hatten. Die Fähigkeit zu heilen war eines der bemerkenswertesten Attribute von Geist. So hatte Waslisser Rose nach einem Autounfall ins Leben zurückgeholt. Dies hatte eine psychische Verbindung zwischen ihnen geschaffen, die erst zerstört worden war, nachdem Rose eine zweite Nahtoderfahrung erlebt hatte. Du kannst in seinen Kopf schauen, hauchte ich, seine Gedanken, seine Gefühle. So viele Dinge fügten sich jetzt zusammen, wie zum Beispiel die Frage, aus welchem Grund Jill immer alles über Adrian wusste, auch wenn er behauptete, er habe es ihr nicht erzählt. Sie nickte. Ich will es nicht, glaub mir, aber ich kann nicht dagegen an. Rose meinte, mit der Zeit würde ich lernen, es zu kontrollieren, seine Gefühle von mir fernzuhalten. Aber jetzt bin ich dazu noch nicht imstande. Er hat so viele, Sidney, so viele Gefühle. Er empfindet alles so stark Liebe, Trauer, Wut. Emotional fährt er Achterbahn. Was zwischen ihm und Rose vorgefallen ist, es zerreißt ihn. Bei allem, was in seinem Leben vorgeht, fällt es mir manchmal schwer, mich auf was anderes zu konzentrieren. Glücklicherweise ist das nicht immer so, aber wenn es geschieht, kann ich es gewiss nicht kontrollieren. Ich sprach es nicht aus, aber ich fragte mich, ob einige dieser unbeständigen Gefühle ein Teil der Neigung von Geist sein mochten, seine Benutzer in den Wahnsinn zu treiben. Oder vielleicht waren sie auch einfach ein Teil von Adrians angeborener Persönlichkeit. Für den Augenblick war das alles bedeutungslos. Aber er kann dich nicht spüren, stimmt's? Es funktioniert nur in einer Richtung, hakte ich nach. Rose hatte zwar was Lissas Gedanken lesen und ihre Erfahrungen im alltäglichen Leben mit ansehen können, aber nicht andersrum. Ich vermutete, dass es jetzt das Gleiche war, aber bei Geist konnte man nichts für selbstverständlich nehmen. Stimmt, bestätigte sie. Daher, daher weißt du immer Dinge über ihn, wie meine Besuche und als er Pizza wollte, das ist dann auch der Grund, warum er hier ist, warum Abe ihn hier haben wollte. Jill runzelte die Stirn. Abe? Nein. Eher war es eine Art Gruppenentscheidung, dass Adrian mitkommen sollte. Rose und Lissa hielten es für das Beste, wenn wir zusammen wären, während wir uns an das Band gewöhnten, und ich wollte ihn ebenfalls in der Nähe haben. Was bringt dich auf die Idee, Abe habe etwas damit zu tun? Ähm, nichts, antwortete ich dass Abe Adrian aufgetragen hatte, bei Clarence zu bleiben, hatte Jill offensichtlich nicht mitbekommen. Ich hatte es einfach mit irgendwas verwechselt. Können wir jetzt gehen? bettelte sie. Ich habe deine Fragen doch beantwortet. Lass mich zuerst sicherstellen, dass ich es auch richtig verstanden habe, sagte ich. Erklärst du mir, wie er in Los Angeles gelandet ist und warum er dort festsitzt? Jill faltete die Hände und wandte wieder den Blick ab. Eine Angewohnheit, auf die ich mir langsam meinen Reim machen konnte. Sie tat das immer, wenn sie Informationen hatte, von denen sie wusste, dass sie nicht gut ankommen würden. Er, ähm, ist gestern Nacht von Clarence House abgefahren, weil er sich gelangweilt hat. Dann ist er in die Stadt getrampt, nach Palm Springs, und auf einige Leute gestoßen, die nach L.A. wollten. Also ist er mit denen mitgefahren. Und während er im Club war... Hat er diese Mädchen gefunden, einige Maura-Mädchen? Also ist er mit denen nach Hause gefahren. Dann hat er die Nacht dort verbracht und ist irgendwie ohnmächtig geworden bis eben. Jetzt ist er wach und er will nach Hause zu Clarence. Bei all diesem Gerede über Clubs und Mädchen stieg in mir ein beunruhigender Gedanke auf. Jill, wie viel genau hast du von all dem mitbekommen? Sie mied meinen Blick noch immer. Das ist nicht wichtig. Für mich schon, widersprach ich. Die Nacht, in der Jill unter Tränen aufgewacht war. Damals war Adrian auch mit diesen Mädchen zusammen gewesen. Lebte sie etwa sein Sexualleben mit? Was hat er sich dabei gedacht? Er weiß, dass du da bist und das alles erlebst, was er erlebt, aber er hört nicht auf. Der erste Schultag. Miss Chang hat ganz recht gehabt, nicht wahr? Du warst tatsächlich verkatert. Zumindest hast du seinen Kater nachempfunden. Und an fast jedem anderen Morgen war ihr beim Aufwachen mehr oder minder übel gewesen, weil Adrian ebenfalls verkatert gewesen war. Jill nickte. Rein körperlich hätte sie nichts finden können, im Blut oder so, was Beweis für einen Kater gewesen wäre. Aber es stimmt, ich hätte gerade so gut einen Kater haben können. Sicher habe ich mich so gefühlt, es war schrecklich. Ich streckte die Hand aus und drehte ihr Gesicht so zu mir herum, dass sie mich ansehen musste und du bist jetzt ebenfalls verkatert. Die Sonne war höher gestiegen, also war der Raum heller geworden, und ich konnte die Anzeichen wieder erkennen. Die kränkliche Blässe und die blutunterlaufenen Augen. Es hätte mich nicht überrascht, wenn ihr auch Kopf und Magen geschmerzt hätten. Ich ließ die Hand sinken und schüttelte angewidert den Kopf. Er kann dort bleiben. Sydney. Er verdient es. Ich weiß, dass du etwas für ihn empfindest. Ob es schwesterliche oder romantische Zuneigung war, spielte nicht wirklich eine Rolle. Aber du kannst ihn nicht verhätscheln und all seine Bedürfnisse befriedigen und jede Bitte erfüllen, die er an dich schickt. Er bittet mich ja gar nicht, ihn abzuholen, nicht direkt jedenfalls, antwortete sie. Ich spüre einfach, dass er es will. Na also. Daran hätte er denken sollen, bevor er sich in diesen Schlamassel gebracht hat. Jetzt kann er sich selbst überlegen, wie er zurückkommt. Sein Handy hat den Geist aufgegeben. Dann kann er sich eins von seinen neuen Freundinnen borgen. Er leidet, sagte sie. So ist das Leben, gab ich zurück. Ich leide. Ich seufzte. Jill. Nein, ich meine es ernst. Und es ist nicht nur der Kater. Ich meine, ja, ein Teil davon ist schon der Kater. Und solange ihm übel ist, und er nichts einnimmt, geht es mir genauso. Außerdem seine Gedanken. Oh. Jill stützte die Stirn in die Hände. Ich bekomme es einfach nicht aus dem Kopf, wie unglücklich er ist. Es ist, als würde ein Hammer gegen meine Schläfen pochen. Ich komme nicht davon los. Ich kann nichts anderes tun, als darüber nachzudenken, wie elend er sich fühlt. Und das macht mich selbst elend. Oder es bringt mich dazu, zu denken, dass ich mich elend fühle. Ich weiß es nicht. Sie seufzte. Bitte, Sydney, können wir fahren? Weißt du, wo er ist? fragte ich. Ja. Na gut, ich werde fahren. Ich ließ mich über die Bettkante gleiten. Sie stand ebenfalls auf. Ich komme mit. Nein, sagte ich. Du gehst wieder ins Bett. Nimm ein Aspirin und sieh mal, ob du dich dann besser fühlst. Außerdem gab es einige Dinge, die ich unter vier Augen mit Adrian klären wollte. Zugegeben, wenn sie ständig mit ihm verbunden war, würde sie unser Gespräch belauschen. Aber es wäre viel einfacher, ihm zu sagen, was ich sagen wollte, wenn sie nicht leibhaftig zugegen wäre und mich mit diesen großen Augen ansehe. Aber wie wirst du. Ich will nicht, dass du dich im Auto übergibst. Ruf mich einfach an, wenn sich etwas ändert oder er aufbricht oder was auch immer. Jills weitere Proteste waren halbherzig, entweder weil sie nicht die Kraft dazu hatte oder weil sie einfach jedem dankbar sein wollte, der Adrian rettete. Sie hatte keine genaue Adresse, dafür aber eine sehr lebhafte Beschreibung des Apartments, in dem er sich aufhielt und das direkt neben einem bekannten Hotel lag. Als ich nachschlug, sah ich, dass sich das Hotel genau genommen in Long Beach befand, was bedeutete, dass ich die Innenstadt von Los Angeles umfahren musste. Vor mir lag eine zweistündige Autofahrt. Kaffee wäre nötig. Zumindest war es ein schöner Tag, und so früh an einem Sonntag herrschte kaum Verkehr. Während ich die Sonne und den blauen Himmel betrachtete, überlegte ich immer wieder, wie schön es wäre, wenn ich diese Fahrt in einem Cabrio machen könnte, mit heruntergelassenem Verdeck. Außerdem wäre es schön, wenn ich diese Fahrt aus einem anderen Grund machte, als dem, einen gestrandeten vampirischen Partylöwen einzusammeln. Noch immer fiel es mir schwer, mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass Jill und Adrian ein geistiges Band teilten. Die Vorstellung, dass jemand einen anderen vom Tod zurückholen konnte, passte nicht gut zu meinen religiösen Ansichten. Es war genauso beunruhigend, wie eine der anderen Leistungen von Geist Strigoi zurückzubringen. Wir hatten auch darüber zwei dokumentierte Fälle: zwei Strigoi, die Geistbenutzer mit Hilfe von Magie in ihre ursprüngliche Gestalt zurückverwandelt hatten. Eine dieser Personen war eine Frau namens Sonja Karp. Der andere war Dmitri Belikov. Dies und all die Wiederauferstehungen führten dazu, dass Geist mich tatsächlich langsam in Panik versetzte. So viel Macht schien mir einfach nicht rechtens zu sein. Ich erreichte Long Beach planmäßig und hatte kein Problem, den Apartmentkomplex zu finden. Er lag gleich auf der anderen Straßenseite, einem Hotel gegenüber, das Cascadia hieß und zum Ozean wies. Da Jill nicht angerufen hatte, ging ich davon aus, dass sich Adrian noch immer dort verschanzte. Um diese Tageszeit war es leicht, einen Parkplatz auf der Straße zu finden. Ich blieb noch für einen Moment draußen stehen und schaute über die blaugraue Fläche des Pazifiks am westlichen Horizont hinweg. Die Aussicht war atemberaubend vor allem nach meiner ersten Woche in der Wüste von Palm Springs. Beinahe wünschte ich, Jill wäre mitgekommen. Vielleicht hätte sie sich besser gefühlt, wenn sie in der Nähe von so viel Wasser gewesen wäre. Die Apartments lagen in einem pfirsichfarbenen, verputzten Gebäude mit drei Etagen und zwei Wohnungen in jedem Stockwerk. Aufgrund von Adrians Erinnerungen wusste Jill, dass ich nach ganz oben gehen und dann die rechte Wohnung nehmen musste. Ich legte diesen Weg zurück und kam zu einer blauen Tür mit einem schweren Messingtürklopfer, den ich betätigte. Nachdem fast eine Minute lang nichts geschehen war, versuchte ich es noch einmal, diesmal lauter. Ich war kurz vor einem dritten Versuch, als ich das Schloss klicken hörte. Die Tür wurde ein Spalt breit geöffnet und ein Mädchen spähte heraus. Offensichtlich war sie eine Mora, mager wie ein Model und bleich, mit makelloser Haut, was heute besonders ärgerlich erschien, weil ich mir ziemlich sicher war, dass ich bald einen Pickel auf der Stirn bekäme. Sie war in meinem Alter, vielleicht auch etwas älter, und hatte glattes, schwarzes Haar und dunkelblaue Augen. Sie sah wie eine anderweltliche Puppe aus. Außerdem war sie halb verschlafen. Ja? Sie musterte mich. Wollen Sie etwas verkaufen? Neben dieser hochgewachsenen, perfekten Mora fühlte ich mich plötzlich gehemmt und in meinem Leinenrock und dem Top eher unelegant. Ist Adrian hier? Wer? Adrian, hochgewachsen, braunes Haar, grüne Augen. Sie runzelte die Stirn. Sie meinen Jet? Ich weiß nicht genau. Raucht er wie ein Schlot? Das Mädchen nickte weise. Jupp, Sie müssen Jet meinen. Sie blickte hinter sich und brüllte Hey Jet, hier ist irgendeine Vertreterin, die dich sprechen will. Schick sie raus, erklang eine vertraute Stimme. Die Maura öffnete die Tür weiter und winkte mich herein. Er ist auf dem Balkon. Ich ging durch ein kleines Wohnzimmer, das ein abschreckendes Beispiel dafür bot, was geschehe, sollten Jill und ich jemals alles Gefühl für einen gepflegten Haushalt und alle Selbstachtung verlieren. Die Wohnung war eine Katastrophe, eine Mädchenkatastrophe. Überall auf dem Boden waren Haufen von Wäsche verstreut, schmutziges Geschirr bedeckte jeden Quadratzentimeter, auf dem nicht leere Bierflaschen standen. Eine umgekippte Flasche Nagellack hatte einen Kaugummirosa Fleck auf dem Teppich erzeugt. Ein blondes mora in einem Gewirr von Decken lag auf dem Sofa, spähte benommen zu mir herüber und schlief dann gleich wieder ein. Ich wand mich um alle Hindernisse herum und trat durch eine Terrassentür zu Adrian hinaus. Er stand auf einem Balkon und stützte sich mit dem Rücken zu mir aufs Geländer. Die Morgenluft war warm und klar, also versuchte er natürlich, sie mit einer Zigarette zu ruinieren. Verraten Sie mir eins, Sage, sagte er, ohne sich zu mir umzudrehen. Warum zum Teufel baut jemand ein Haus in Strandnähe, aber ohne Balkons, die zum Wasser rausgehen? Dagegen wurden sie so gebaut, dass man einen Blick auf die Hügel hinter uns hat. Wenn die Nachbarn nichts Interessantes anstellen, möchte ich dieses Gebäude zu einer völligen Fehlinvestition erklären. Ich verschränkte die Arme vor der Brust und funkelte seinen Rücken an. Ich bin so froh, dass ich Ihre kostbare Meinung zu diesem Thema gehört habe. Ich werde Sie mir gewiss notieren und eine Beschwerde beim Stadtrat einreichen, dass Sie keinen ausreichenden Ozeanblick genießen. Er drehte sich um, Während der Anflug eines Lächelns seine Lippen umspielte. Was machen Sie hier? Ich dachte, Sie wären in der Kirche oder so. Was glauben Sie wohl? Ich bin wegen der flehentlichen Bitten einer fünfzehnjährigen hier, die nicht verdient, was sie ihretwegen durchmachen muss. Sämtliche Spuren eines Lächelns verschwanden. Oh, sie hat es Ihnen also erzählt. Er drehte sich wieder um. Ja, und Sie hätten es mir schon früher erzählen sollen. Das ist von grundlegender Bedeutung. Und zweifellos etwas, das die Alchemisten liebend gern studieren würden. Ich konnte mir sein höhnisches Grinsen genau vorstellen. Ich habe ihr versprochen, es nicht weiterzuerzählen. Aber sie hätten mich trotzdem ins Bild setzen sollen. Es ist eine wichtige Information, denn ich bin ja schließlich diejenige, die für sie alle den Babysitter spielt. Babysitter ist ein ziemlich extremer Ausdruck, Sage. Angesichts des gegenwärtigen Szenarios? Nein, eigentlich nicht. Adrian erwiderte nichts und ich unterzog ihn einer schnellen Musterung. Er trug qualitativ hochwertige Darkwash Jeans und ein rotes Baumwollhemd, in dem er geschlafen haben musste, den Knitterfalten nachzuurteilen. Seine Füße waren bloß. Haben Sie einen Mantel mitgenommen? fragte ich. Nein. Ich ging wieder hinein und suchte in dem Durcheinander herum. Das blonde Mädchen schlief tief und fest, und die Mora, die mich hereingelassen hatte, lag in einem anderen Raum auf einem ungemachten Bett. Irgendwann fand ich Agents Socken und Schuhe in einer Ecke. Ich beeilte mich, sie zu holen. Dann ging ich wieder hinaus und ließ sie neben ihn auf dem Balkon fallen. Sehen Sie das an, wir gehen. Sie sind nicht meine Mom. Nein, Ihre Mom sitzt ja auch gerade eine Strafe wegen meineid und Diebstahl ab, wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt. Zwar war es eine sehr, sehr gemeine Bemerkung, aber sie entsprach der Wahrheit, und sie erregte seine Aufmerksamkeit. Adrians Kopf fuhr herum, Wut glitzerte in den Tiefen seiner grünen Augen, die erste Wut, die ich jemals wirklich bei ihm gesehen hatte. Wagen Sie es nicht jemals wieder so über Sie zu sprechen. Sie haben keine Ahnung, wovon Sie reden. Seine Wut war ein wenig beängstigend, aber ich gab nicht klein bei. Tatsächlich bin ich die Person gewesen, die dafür zuständig war, die gestohlenen Unterlagen zurückzuholen. Sie hatte ihre Gründe, stieß er mit zusammengebissenen Zähnen hervor. Sie verteidigen so bereitwillig jemanden, der wegen eines Verbrechens verurteilt wurde, und doch nehmen Sie überhaupt keine Rücksicht auf Jill, die ja nichts getan hat. Ich nehme jede Menge Rücksicht auf Sie. Er hielt inne und zündete sich mit zitternden Händen eine Zigarette an. Ich hatte den Verdacht, dass er außerdem versuchte, seine Gefühle in den Griff zu bekommen. Ich denke ständig an sie, wie auch nicht. Sie ist da. Ich kann es nicht spüren, aber sie ist immer da. Horcht stets auf die Dinge in meinem Kopf, horcht auf die Dinge, die nicht einmal ich hören will. Sie fühlt Dinge, die ich nicht fühlen will. Er zog an der Zigarette und drehte sich wieder zu der Aussicht um, obwohl ich bezweifelte, dass er tatsächlich etwas sah. Wenn Sie sich ihrer tatsächlich bewusst sind, wie kommt es dann, dass Sie so etwas tun? Ich deutete in den Raum hinter uns. Wie konnten Sie sich betrinken, obwohl Sie wussten, dass es sich auf Sie auswirkt? Wie konnten Sie tun. Ich verzog das Gesicht. Was immer Sie mit diesen Mädchen getan haben, in dem Wissen, dass sie es sehen kann. Sie ist fünfzehn. Ich weiß, ich weiß, sagte er. Das mit dem Trinken wusste ich nicht. Jedenfalls nicht zu Anfang. Als sie an diesem Tag nach der Schule zu Clarence kam und es mir erzählt hat, habe ich damit aufgehört. Ich habe wirklich aufgehört. Aber dann bei eurem Besuch am Freitag hat sie gesagt, ich solle mich ruhig amüsieren, da Wochenende sei. Ich schätze, sie hat sich nicht solche Sorgen darum gemacht, dass er übel werden würde. Also habe ich mir gesagt, ich werde einfach ein paar Gläser trinken. Nur dass es gestern Nacht plötzlich mehr waren als nur ein Paar und dann lief alles irgendwie aus dem Ruder und ich bin hier gelandet und was tue ich da eigentlich? Ich brauche mich doch ihnen gegenüber nicht zu rechtfertigen. Ich glaube, dass Sie das niemanden gegenüber rechtfertigen können. Ich war fuchsteufelswild, mein Blut kochte. Das müssen Sie gerade sagen, Sage. Anklagend richtete er einen Finger auf mich. Zumindest tue ich etwas. Und Sie? Sie lassen die Welt einfach an sich vorbeirauschen. Sie stehen da, während dieses Arschloch Kies sie wie den letzten Müll behandelt und sie lächeln und nicken nur. Sie haben kein Rückgrat. Sie wehren sich nicht mal. Selbst der alte Ape scheint sie herumzustoßen. Hatte Rose recht damit, dass er etwas gegen sie in der Hand hat? Oder ist er einfach nur eine weitere Person, gegen die sie sich nicht so setzen? Ich hatte große Mühe, ihn nicht merken zu lassen, wie sehr mich diese Worte trafen. Sie wissen nicht das Geringste über mich, Adrian Iwaschkov. Ich setze mich reichlich zu wehr. Da hätte ich mich doch glatt in Ihnen getäuscht. Ich bedachte ihn mit einem gepressten Lächeln. Ich mache dabei nur kein so großes Spektakel um meine Person. Das nennt sich Verantwortungsbewusstsein. Na klar, wenn's Ihnen hilft, nachts zu schlafen. Ich warf die Hände hoch. Eben. Genau das ist es. Ich schlafe nachts nicht mehr, weil ich losfahren muss, um sie vor ihrer eigenen Idiotie zu retten. Können wir jetzt aufbrechen, bitte? Als Antwort drückte er die Zigarette aus und zog sich Socken und Schuhe an. Dabei schaute er zu mir auf. Die Wut schien völlig verschwunden. Seine Stimmungen veränderten sich so schnell. Es war wie wenn man einen Lichtschalter umlegte. Sie müssen mich von dort wegbringen. Weg von Clarence. Seine Stimme war jetzt ruhig und ernst. Er ist schon ein netter Kerl, aber ich verliere noch den Verstand, wenn ich dort bleibe. Sonst benehmen Sie sich also absolut hervorragend, wenn Sie nicht dort sind, ja? Ich sah zurück in die Wohnung. Vielleicht haben Ihre beiden Groupies ein Zimmer für Sie. Hey, zeigen Sie mal ein wenig Respekt. Das sind richtige Leute mit Namen. Carla und Chrissy. Er runzelte die Stirn. Oder war es Missy? Ich seufzte. Wie ich Ihnen schon mal gesagt habe, ich habe keinen Einfluss auf Ihre Lebensumstände. Warum ist es so schwer für Sie, sich eine eigene Unterkunft zu suchen? Warum brauchen Sie mich dazu? Weil ich so gut wie kein Geld habe, Sage. Mein alter Herr hat mir sämtliche Mittel gekappt. Er gibt mir ein Taschengeld, das kaum für Zigaretten reicht. Ich erwog die Idee, ihm vorzuschlagen, er solle mit dem Rauchen aufhören. Aber das hätte dem Gespräch wahrscheinlich keine nützliche Wendung gegeben. Das tut mir leid, wirklich. Wenn mir etwas einfällt, werde ich es Sie wissen lassen. Außerdem will Abe nicht, dass Sie dort bleiben? Ich beschloss, reinen Tisch zu machen. Ich habe Sie beide am ersten Tag miteinander reden hören. Sie sollen etwas für ihn tun. Adrian, der sich inzwischen die Schuhe zugeschnürt hatte, richtete sich auf. Ja, und ich habe keine Ahnung, worum es eigentlich geht. Ist Ihnen auch aufgefallen, dass er sich vollkommen vage ausgedrückt hat? Ich glaube, er versucht einfach, sich über mich lustig zu machen, mich beschäftigt zu halten, weil er sich irgendwo in seinem verkorksten Herzen miserabel fühlt, wegen der Dinge, die passiert sind mit. Etienne schloss den Mund, aber ich konnte den unausgesprochenen Namen hören. Rose. Eine schreckliche Traurigkeit legte sich über seine Züge, während ein verlorener, gehetzter Ausdruck in seine Augen trat. Ich erinnerte mich an die Autofahrt mit Jill. An ihre Tirade über Rose. Darüber, dass die Erinnerung an sie Adrian peinige. Mit dem, was ich jetzt über das Band wusste, hatte ich das Gefühl, dass von diesen Worten nur sehr wenige Jill gegolten hatten. Eigentlich waren sie direkt an Rose gerichtet gewesen. Als ich ihn so ansah, begriff ich kaum das Ausmaß dieses Schmerzes und noch weniger wusste ich, wie ich helfen konnte. Ich merkte nur, dass ich plötzlich ein klein bisschen besser verstand, Warum er diesen starken Wunsch verspürte, seinen Kummer zu ertränken? Nicht, dass sein Verhalten dadurch gesünder gewesen wäre. Adrian, begann ich unbeholfen, es tut, vergessen Sie es, unterbrach er mich. Sie wissen nicht, wie es ist, jemanden so sehr zu lieben, jemanden, der einen diese Liebe dann vor die Füße wirft. Ein Schrei, der das Trommelfell zerreißen konnte, durchdrang plötzlich die Luft. Adrian zuckte noch heftiger zusammen als ich was bewies, dass das Vampirgehör einen Nachteil hatte. Störende Geräusche waren um so vieles störender. Gemeinsam eilten wir in die Wohnung zurück. Das blonde Mädchen saß aufrecht auf dem Sofa, genauso erschrocken wie wir. Das andere Mädchen, das mich hereingelassen hatte, stand totenbleich in der Tür zum Schlafzimmer und hielt ein Handy umklammert. Was ist passiert? fragte ich. Sie öffnete den Mund und wollte sprechen, dann stutzte sie bei meinem Anblick und schien sich darauf zu besinnen, dass ich ein Mensch war. Ist schon gut, Carla, sagte Adrian, sie weiß über uns Bescheid, du kannst ihr vertrauen. Mehr brauchte Carla nicht. Sie warf sich in Adrians Arme und begann unbeherrscht zu weinen. Oh, Jet, stieß sie schluchzend hervor. Ich kann nicht glauben, dass ihr das zugestoßen ist. Wie konnte das passieren? Was ist passiert? Fragte das andere Maura-Mädchen und erhob sich unsicher auf die Füße. Wie Adrian sah auch sie so aus, als habe sie in ihren Kleidern geschlafen. Ich wagte zu hoffen, dass Jill nicht so viel unanständigem Treiben ausgesetzt gewesen sein mochte, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt hatte. Erzähl uns, was passiert ist, Carla, sagte Adrian mit dieser sanften Stimme, die ich in der Vergangenheit nur dann von ihm gehört hatte, wenn er mit Jill sprach. Ich heiße Chrissy schniefte sie. Und unsere Freundin. Unsere Freundin. Sie wischte sich die Augen, als weitere Tränen kamen. Ich habe gerade den Anruf erhalten. Unsere Freundin. Eine andere Maura, die unser College besucht. Sie ist tot. Chrissy schaute zu dem anderen Mädchen auf, das vermutlich Carla war. Es war Melody. Sie wurde letzte Nacht von Strigo getötet. Kala keuchte auf und begann zu weinen, woraufhin Chrissy erneut in Tränen ausbrach. Ich sah Adrian in die Augen. Wir waren beide entsetzt. Auch wenn wir keine Ahnung hatten, wer diese Melody war, so war eine Ermordung durch Strigoid trotzdem etwas Schreckliches und Tragisches. Sofort drängte sich meine Alchemistenausbildung hervor. Ich musste dafür sorgen, dass der Tatort gesichert wurde und der Mord vom Menschen verborgen blieb. Wo? fragte ich. Wo ist das passiert? West Hollywood, antwortete Carla, hinter einem Club. Ich entspannte mich leicht, obwohl mich die Tragödie nach wie vor erschütterte. Das war eine belebte, bevölkerte Region, die sich bestimmt auf dem Bildschirm der Alchemisten befand. Wenn Menschen etwas herausgefunden hatten, hätten sich die Alchemisten schon längst darum gekümmert. Zumindest haben sie sie nicht verwandelt, murmelte Carla verloren. Sie kann in Frieden ruhen. Natürlich mussten diese Ungeheuer ihren Körper verstümmeln. Ich starrte sie an und plötzlich fror ich am ganzen Leib. Wie meinen Sie das? Sie rieb sich an Adrians hand die Nase. Melody, Sie haben nicht nur von ihr getrunken, Sie haben ihr auch die Kehle aufgeschlitzt. Kapitel 15 Während eines Großteils der Fahrt zurück nach Palm Springs schlief Adrian. Anscheinend hat ihm seine nächtliche Party mit Carla und Chrissy kaum Ruhe gelassen. Bei dem Gedanken daran war mir etwas mulmig. Bei dem Gedanken daran, dass Jill all das durch ihn miterlebt hatte, wurde mir Hundeelend. Wir hatten nur wenig für Carla und Chrissy tun können, abgesehen von unseren Beileidsbekundungen. Strigoy-Überfälle geschahen nun einmal. Es war tragisch und schrecklich, aber die meisten Maurer konnten sich nur schützen, indem sie vorsichtig waren ihre Aufenthaltsorte sicherten und wenn möglich in der Nähe von Wächtern blieben. Für Maura, die keiner königlichen Familie angehörten und in der Welt zur Schule ging, so wie Carla und Chrissy, waren Wächter keine Option. Viele Maura kamen auch so zurecht. Sie mussten einfach vorsichtig sein. Die beiden hielten die Umstände, unter denen ihre Freundin zu Tode gekommen war, für schrecklich. Das entsprach der Wahrheit. Sie waren tatsächlich schrecklich. Aber keins der Mädchen dachte viel weiter oder hatte das Gefühl, dass an der aufgeschlitzten Kehle etwas seltsam war. Ich hätte mir auch keine Gedanken gemacht, hätte ich nicht Clarence Bericht über den Tod seiner Nichte gehört. Ich nahm Adrian mit zurück an die Amberwood und schrieb ihn kurzer Hand als Gast ein, da ich mir überlegte, dass Jill sich besser fühlen würde, wenn sie ihn leibhaftig vor sich sah. Und tatsächlich, sie erwartete uns bereits im Wohnheim, als wir ankamen. Sie umarmte ihn und schenkte mir einen dankbaren Blick. Eddie war bei ihr. Und obwohl er nichts sagte, stand ein verärgerter Ausdruck auf seinem Gesicht, der verriet, dass ich nicht die Einzige war, die Adrians Benehmen lächerlich fand. Ich habe mir solche Sorgen gemacht, murmelte Jill. Adrian zauste ihr das Haar, aber sie wich ihm aus. Kein Grund zur Sorge, kücken. Solange die Knitterfalten aus diesem Hemd rausgehen, ist nichts Schlimmes passiert. Nichts Schlimmes passiert, dachte ich, und Ärger flackerte in mir auf. Nichts Schlimmes, außer dass Jill beobachtet, wie sich Adrian an andere Mädchen ranmacht und dass sie seine Alkoholexzesse leiden muss. Es spielte keine Rolle, dass anstelle ihrer alten Schwärmerei für Adrian jetzt eine Felie getreten war. Sie war einfach zu jung, um so etwas mitzuerleben. Adrian war egoistisch gewesen. Also, fuhr er fort. Wenn Sage so freundlich wäre, weiter den Chauffeur zu spielen, lade ich euch alle zum Mittagessen ein. Ich dachte, sie hätten kein Geld, bemerkte ich. Ich habe gesagt, nicht sehr viel Geld. Jill und Eddie wechselten einen Blick. Wir, ähm, wir treffen uns zum Mittagessen mit Maika, sagte Jill. Bringt ihn mit, erwiderte Adrian. Er kann die Familie kennenlernen. Kurz darauf tauchte Maika auf, und freute sich darüber, unseren anderen Bruder kennenzulernen. Er schüttelte Adrian die Hand und lächelte. Jetzt sehe ich eine gewisse Familienähnlichkeit. Ich hatte mich allmählich schon gefragt, ob Jill adoptiert wurde, aber ihr beide seht euch irgendwie ähnlich. Das gilt auch für unseren Postboten in North Dakota, meinte Adrian. South Dakota, korrigierte ich ihn. Glücklicherweise schien Micah nichts Seltsames an diesem Ausrutscher zu finden. Stimmt, sagte Adrian. Und musterte Maika nachdenklich. Du kommst mir aber auch irgendwie bekannt vor. Sind wir uns schon mal begegnet? Maika schüttelte den Kopf. Ich war nie in South Dakota. Ich war mir ziemlich sicher, Adrian jetzt murmeln zu hören. Dann wären wir schon zu zweit. Wir sollten gehen, sagte Eddie hastig und ging auf die Tür des Wohnheims zu. Ich muss später noch Hausaufgaben machen. Ich runzelte die Stirn und war wegen seines veränderten Verhaltens etwas verwirrt. Eddie war auf keinen Fall ein schlechter Schüler, aber seit unserem Erscheinen an der Emberwood war für mich offensichtlich gewesen, dass er nicht das gleiche Interesse an der Schule hatte wie ich. Für ihn war es ein Wiederholungsjahr und er war zufrieden, einfach mitzuspielen und nur das zu tun, was für einen guten Stand notwendig war. Wenn sonst noch wer sein Verhalten merkwürdig fand, ließ er es sich das jedenfalls nicht anmerken. Maika sprach bereits mit Jill über irgendetwas, und Adrian sah immer noch so aus, als versuche er Maika irgendwo unterzubringen. Adrians großzügiges Angebot, uns zum Mittagessen einzuladen, erstreckte sich nur auf Fastfood, also waren wir schnell mit der Mahlzeit fertig. Doch nach einer Woche Wohnheimessen wusste ich die Abwechslung durchaus zu schätzen. Und Adrian hatte seine Einstellung zu Dorothys gesunder Küche schon lange klargestellt. Du hättest eine Kinderportion bestellen sollen, sagte Adrian zu mir und deutete auf meinen halb gegessenen hamburger und die pommes fritz wir hätten viel geld sparen können und du hättest ein spielzeug bekommen viel ist etwas übertrieben bemerkte ich außerdem hast du ja jetzt die reste für dich er verdrehte die augen und stahl eine pommes von meinem teller du bist diejenige die die reste mit nach hause nehmen sollte wie kannst du dich mit so wenig essen überhaupt halten fragte er eines tages wirst du einfach weggeweht werden hör auf damit Befahrlich. Ich sage nur die Wahrheit, entgegnete er mit einem Achselzucken. Du solltest ungefähr fünf Kilo zunehmen. Ich starrte ihn ungläubig an, zu schockiert, als dass mir auch nur eine Antwort eingefallen wäre. Was wusste ein Mora über Gewichtszunahme? Sie hatten alle eine perfekte Figur und wussten nicht, wie es war, in den Spiegel zu schauen, Unzulänglichkeiten zu sehen und sich niemals richtig gut zu fühlen. Für sie war es vollkommen mühelos während ich es mit ihrer unmenschlichen Vollkommenheit niemals aufnehmen konnte, wie hart ich auch arbeitete. Adrians Blick wanderte zu Jill, Eddie und Marga hinüber, die sich lebhaft darüber unterhielten, dass sie gemeinsam weiter Selbstverteidigung trainieren wollten. Sie sind irgendwie niedlich, meinte Adrian in einer Lautstärke, die gerade so für meine Ohren reichte. Er spielte mit seinem Strohhalm, während er die Gruppe musterte. Vielleicht hatte Kestel nicht ganz Unrecht damit, wenn er ihr in der Schule Dates erlaubt. Adrian, stöhnte ich. War nur ein Witz, sagte er. Lee würde ihn wahrscheinlich zum Duell fordern. Er konnte nämlich gar nicht aufhören, über sie zu sprechen. Als wir vom Minigolf zurückgekommen waren, hat Lee ständig gefragt, wann können wir alle nochmal was zusammen unternehmen? Und doch ist er, als er in L.A. war und ich ihn brauchte, wie vom Erdboden verschluckt gewesen. Hattet ihr euch verabredet? fragte ich. Hatte er dich nach Hause bringen wollen? Da wir einmal damit angefangen hatten, sah ich keinen Grund, in die alte förmliche Anrede zu verfallen. Nein, gab Adrian zu. Aber was hat er denn sonst getan? Da kam ein grauhaariger Mann, der ein Tablett mit Hamburgern und Sodawasser balancierte, an uns vorbei und stieß gegen Jills Stuhl. Zwar wurde nichts verschüttet, aber Eddie sprang blitzschnell auf und war schon bereit, über den Tisch zu fliegen und sie zu verteidigen. Der Mann wich zurück und murmelte eine Entschuldigung. Adrian schüttelte erstaunt den Kopf. Schick doch einfach ihn als Anstandswauwau mit, wenn sie mit einem Jungen ausgeht, und wir werden uns nie mehr Sorgen machen müssen. Da ich jetzt über Jills und Adrians Band Bescheid wusste, betrachtete ich Eddies Beschützerinstinkt Jill gegenüber in einem anderen Licht. Oh, sicher, ich wusste, dass ihm seine Ausbildung dieses Verhalten anerzogen hatte, aber da schien noch etwas Stärkeres mit im Spiel zu sein etwas geradezu persönliches. Zuerst hatte ich mich gefragt, ob es vielleicht daran liegen mochte, dass Jill Teil seiner größeren Clique von Freunden war, solchen Freunden wie Rose. Jetzt dachte ich aber oft, dass mehr dahinter stecken würde. Jill hatte gesagt, Eddie sei der einzige gewesen, der versucht habe, sie in der Nacht des Überfalls zu beschützen. Zwar vergebens, aber das hatte höchstwahrscheinlich am Timing gelegen und nicht an seinen mangelnden Fähigkeiten. Aber was für Spuren musste das bei ihm hinterlassen haben? Er war jemand, dessen einziger Daseinszweck darin bestand, andere zu verteidigen, und er hatte mit ansehen müssen, wie jemand in seiner Obhut gestorben war. Da Adrian sie jetzt ins Leben zurückgeholt hatte, war es da für Eddie nicht beinahe so etwas wie eine zweite Chance? Eine Gelegenheit, Wiedergutmachung zu leisten? Vielleicht war er deshalb so wachsam. »Du wirkst durcheinander«, meinte Adrian. Ich schüttelte den Kopf und seufzte. »Ich denke wohl zu viel nach«, er nickte ernst. »Deswegen lasse ich auch immer die Finger davon.« Eine frühere Frage ging mir durch den Kopf. »Hey, weshalb hast du diesem Mädchen eigentlich erzählt, dein Name sei Jet?« »Übliche Praxis, wenn man nicht will, dass einen die Bräute später finden, Sage. Außerdem habe ich mir überlegt, dass ich dadurch unsere Operation hier schütze.« ja, aber warum gerade Jet? Warum nicht, ich weiß nicht, Travis oder John? Adrian warf mir einen Blick zu, der mir sagte, dass ich seine Zeit verschwende. Weil Jet hammerhart klingt. Nach dem Mittagessen brachten wir Adrian zu Clarence zurück und wir übrigen fuhren wieder zu Amberwood. Jill und Micah gingen fort, um ihr eigenes Ding zu erledigen und ich überzeugte Eddie davon, mich in die Bibliothek zu begleiten. Dort organisierten wir uns einen Tisch und ich holte meinen Laptop hervor. Als ich Adrian heute abgeholt habe, haben wir etwas Interessantes herausgefunden, berichtete ich Eddie mit bibliotheksleiser Stimme. Eddie sah mich schief an. Wahrscheinlich war die ganze Erfahrung, Adrian abzuholen, interessant. Zumindest nach dem, was Jill mir erzählt hat. Es hätte schlimmer kommen können, spekulierte ich. Zumindest war er bei meinen Eintreffen angezogen und es waren nur zwei weitere Mauer anwesend. Ich bin nicht in eine Studentinnenverbindung voller Mora-Mädchen gestolpert oder so. Das brachte ihn zum Lachen. In diesem Fall hättest du vielleicht auch mehr Mühe gehabt, Adrian von dort wegzuholen. Mein Laptop-Bildschirm erwachte zum Leben und ich machte mich an die komplizierte Prozedur, mich in die mega sichere Datenbank der Alchemisten einzulocken. Also, bei unserem Aufbruch erfuhren die Mädchen, mit denen er zusammen war, dass in der Nacht zuvor eine ihrer Freundinnen von Strigoy getötet worden war. Alle Erheiterung verschwand aus Eddys Gesicht. Seine Augen wurden hart. Wo? In L.A., nicht hier, fügte ich hinzu. Ich hätte wissen müssen, dass ich ein solches Gespräch besser damit eröffnete, von vornherein klarzustellen, dass er auf dem Campus nicht Ausschau nach Strigoy zu halten brauchte. Soweit wir wissen, haben alle recht. Strigoy wollen nicht in Palm Springs rumhängen. Eddys Anspannung ließ um ungefähr ein Prozent nach. Es geht um Folgendes, fuhr ich fort. Diese Mora, diese Freundin der beiden, wurde angeblich genauso getötet wie Clarence Nichte. Eddie zog die Augenbrauen hoch. Mit der aufgeschlitzten Kehle? Ich nickte. Das ist seltsam. Bist du dir sicher, dass das wirklich passiert ist? Einer von ihnen? Ich meine, wir stützen uns doch lediglich auf Clarence Bericht, nicht wahr? Eddie trommelte mit einem Bleistift auf die Tischplatte, während er darüber nachgrübelte. Clarence ist in Ordnung, aber ich bitte dich. Jeder weiß doch, dass er sie nicht alle hat. Deshalb habe ich dich hergeholt und deshalb wollte ich in unserer Datenbank nachsehen. Wir dokumentieren die meisten Todesfälle, die etwas mit Strygirl zu tun haben. Eddie blickte mir über die Schulter, während ich einen fünf Jahre alten Eintrag über Tamara Donahue aufrief. Und tatsächlich, man hatte sie mit durchschnittener Kehle aufgefunden. Eine weitere Suche nach Melody Croft, Chrissys und Carlas Freundin, brachte ebenfalls einen Bericht zutage. Er stammte von der vergangenen Nacht. Meine Leute waren am Tatort gewesen und hatten die Informationen schnell in die Datenbank eingespeichert. Auch Melody hatte man die Kehle aufgeschlitzt. Es gab noch weitere dokumentierte Strigoy-Morde in L.A. Schließlich war es eine große Stadt. Aber nur zwei passten zu diesem Profil. Denkst du immer noch an das, was Clarence gesagt hat? Vampirjäger? fragte Eddie mich. Ich weiß es nicht. Ich habe mir einfach gedacht, dass sich eine Überprüfung lohnen könnte. In beiden Fällen haben sich Wächter eingeschaltet, meinte Eddie und deutete auf den Bildschirm. Sie haben außerdem verkündet, dass es sich um Striger-Überfälle handelte. Beiden Mädchen wurde Blut abgenommen. So was tut ein Strigoi. Ich weiß nicht, was ein Vampirjäger tut, aber Blut trinken ist eigentlich nicht ihr Ziel. Ich kann es mir ebenfalls nicht vorstellen, aber keins dieser Mädchen wurde leer getrunken. Strigoy trinken ihre Opfer nicht immer leer. Vor allem dann nicht, wenn sie gestört werden. Diese Melody wurde in der Nähe eines Clubs getötet, stimmt's? Ich meine, hätte ihr Mörder jemanden kommen hören, dann hätte er sich einfach davon gemacht. Wahrscheinlich. Aber weshalb die aufgeschlitzte Kehle? Eddie zuckte die Achseln. Wir haben kiloweise Berichte über Stryger, die verrückte Dinge getan haben. Sieh dir nur Kies und sein Auge an. Sie sind durch und durch böse. Du kannst keine logischen Gesetze auf sie anwenden. Ähm, lassen wir sein Auge hier mal außen vor. Kies war ein Fall, den ich nicht zur Sprache bringen wollte. Ich lehnte mich auf meinen Stuhl zurück und seufzte. Irgendetwas an den Morden lässt mich einfach nicht los. Diese halbleer getrunkenen Leichen, diese aufgeschlitzten Kehlen. Das ist beides sehr seltsam, und zwar im gleichen Zusammenhang, und seltsame Dinge missfallen mir. Dann hast du den falschen Beruf, gab Eddie zurück und lächelte jetzt wieder. Ich erwiderte sein Lächeln, in Gedanken noch immer damit beschäftigt, die Umstände von allen Seiten zu beleuchten. Ich nehme es an. Als ich nichts hinzufügte, warf er mir einen überraschten Blick zu. Du glaubst doch nicht wirklich, du glaubst doch nicht wirklich an die Existenz von Vampirjägern, oder? Nein, eigentlich nicht. Wir haben keinen Beweis für ihre Existenz. Aber, hakte Eddie nach, aber, sagte ich, mach dich die Vorstellung nicht halb verrückt. Ich meine, im Moment weißt du, wonach du suchen musst. Andere Mora, Strigoy. Sie fallen auf. Aber ein menschlicher Vampirjäger? Ich deutete auf die Schüler, die in der Bibliothek arbeiteten. Du würdest nicht wissen, wer eine Bedrohung darstellt. Eddie schüttelte den Kopf. Tatsächlich ist es ziemlich einfach. Ich behandle schlicht jeden als Bedrohung. Ich wusste nicht recht, ob mich diese Bemerkung beruhigte oder nicht. Als ich später in mein Wohnheim zurückkehrte, winkte mich Mrs. Weathers heran. Mr. Williger hat etwas für Sie abgegeben. Sie hat mir etwas gebracht? fragte ich überrascht. Doch kein Geld, oder? Bisher hatte ich nämlich von dem Geld, das ich für den Kaffee ausgelegt hatte, nicht zurückbekommen. Statt einer Antwort reichte mir Mrs. Weathers ein in Leder gebundenes Buch. Zuerst dachte ich, es sei das, mit dem ich gerade fertig geworden war. Dann aber sah ich mir den Buchdeckel genauer an und las Band 2. Auf einem gelben Klebezettel an dem Buch hatte Mr. Williger mit ihrer krakeligen Handschrift geschrieben »Nächstes«. Ich seufzte und bedankte mich bei Mrs. Weathers. Ich würde jede Aufgabe erledigen, um die mich meine Lehrerin bat. Aber irgendwie hoffte ich, dass sie mir ein Buch geben würde, das eher ein historischer Bericht war und kein Handbuch für Zauberei. Als ich meinen Flur entlang ging, hörte ich vom gegenüberliegenden Ende einige erschrockene Ausrufe. Ich sah eine offene Tür, an der sich mehrere Leute versammelt hatten. Also eilte ich an meinem eigenen Zimmer vorbei, um nachzusehen, wo das Problem lag. Es war Julias und Christins Zimmer. Obwohl ich nicht genau wusste, ob ich wirklich das Recht dazu hatte, zänkte ich mich an einigen verängstigten Zuschauer vorbei. Niemand hielt mich auf. Christine lag heftig zuckend auf ihrem Bett. Sie schwitzte stark und ihre Pupillen waren so groß, dass die Iris darin kaum zu erkennen war. Julia saß neben ihr auf dem Bett, ebenso wie zwei Mädchen, die ich nicht so gut kannte. Bei meinem Eintritt schaute sie auf und Furcht trat in ihre Züge. Christine? rief ich. Christine, geht es dir gut? Als keine Antwort erfolgte, wandte ich mich zu den anderen um. Was ist denn los mit ihr? Julia faltete ängstlich ein feuchtes Tuch neu zusammen und legte es Christine auf die Stirn. Wir wissen es nicht. Sie ist schon seit heute Morgen in diesem Zustand. Ungläubig riss ich die Augen auf. Dann braucht sie einen Arzt. Wir müssen sofort jemanden rufen. Ich werde Mrs. Weathers bitten. Nein. Julia sprang auf und hielt mich am Arm fest. Das darfst du nicht. Der Grund für ihren Zustand ist, also, wir glauben, es liegt an der Tätowierung. Tätowierung? Eins der anderen Mädchen griff nach Christins Handgelenk und drehte es so, dass ich die Innenseite sehen konnte. Dort war mit glitzernder, kupferfarbener Tinte auf ihrer dunklen Haut ein Gänseblümchen eintätowiert. Ich erinnerte mich daran, dass Christine unbedingt eine Celestial Tätowierung hatte haben wollen, sich nach meinen letzten Informationen jedoch keine leisten konnte. Wann hat sie das machen lassen? Heute Morgen, antwortete Julia und blickte beschämt rein. Ich habe ihr das Geld geliehen. Ich betrachtete die funkelnde Blume, die so hübsch und scheinbar harmlos aussah. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass sie die Ursache für diesen Anfall war. Was der Tinte auch beigemischt worden sein mochte, um den Träger heil zu machen, ihr System reagierte jedenfalls nicht richtig darauf. Sie braucht einen Arzt, stellte ich energisch fest. Das kannst du nicht machen, bitte! Wir müssten dem Arzt von den Tätowierungen erzählen, wandte das Mädchen ein, das Christines Hand gehalten hatte. Niemand hat Trey geglaubt, aber wenn sie so etwas sehen würden, naja, dann könnte Nevermore endgültig dicht machen. Gut, dachte ich. Aber zu meinem Erstaunen nickten die anderen versammelten Mädchen zu ihren Worten. Waren sie denn verrückt? Wie viele von ihnen hatten diese lächerlichen Tätowierungen? Und war es wirklich wichtiger, diese Tätowierungen zu verbergen, als Christines Leben zu retten? Julia schluckte und setzte sich wieder auf die Bettkante. Wir hatten gehofft, das würde einfach vorbeigehen. Vielleicht braucht sie etwas Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Christine stöhnte. Ein Bein zitterte wie bei einem Muskelkrampf, dann lag es wieder reglos da. Ihre Augen mit den großen Pupillen starrten ins Leere, während ihr Atem noch flach ging. Sie hatte den ganzen Tag Zeit, bemerkte ich. Leute, sie könnte sterben. Woher weißt du das? fragte Julia erstaunt. Ich wusste es nicht. Nicht mit Bestimmtheit. Aber ab und zu vertrug jemand auch Alchemistentätowierung nicht richtig. In 99 Prozent der Fälle akzeptierte der menschliche Körper das Vampirblut, das für eine alchemistische Tätowierung verwendet wurde. so Sodass sich seine Eigenschaften mit unseren eigenen vermischen konnten und wir zu so etwas wie einem Dampir auf unterster Stufe wurden. Dadurch gewannen wir Standvermögen und ein langes Leben, obwohl wir kaum die erstaunlichen körperlichen Fähigkeiten der Dampire erhielten. Dafür war das Blut zu sehr verdünnt. Trotzdem erkrankte hin und wieder die eine oder andere Person an der Alchemistentätowierung. Das Blut vergiftete die Betreffenden. Verschlimmert wurde die Sache dadurch, dass das Blut wegen des Goldes und der anderen Chemikalien in der Haut verblieb und sich nicht verflüchtigen konnte. Unbehandelt starben die Personen daran. Vampirblut würde kein euphorisches Hai verursachen, daher glaubte ich nicht, dass in dieser Tätowierung etwas davon enthalten war. Aber die Behandlungsmethode, die wir bei Alchemistentätowierungen anwandten, beruhte darauf, die metallischen Bestandteile der Tätowierung abzubauen, um das Blut freizusetzen, sodass sich der Körper dann auf natürliche Weise reinigen konnte. Ich musste davon ausgehen, dass das gleiche Prinzip auch hier funktionieren würde. Nur kannte ich die genaue Formel der alchemistischen Komponenten nicht, und wusste nicht einmal genau, ob sie Kupfer ebenso abbauen würden wie Gold. Ich biss mir auf die Unterlippe, dachte nach und traf schließlich eine Entscheidung. Ich bin gleich wieder da, erklärte ich und rannte in mein Zimmer. Die ganze Zeit überschallt mich eine innere Stimme wegen meiner Torheit. Ich hatte nicht das Recht zu versuchen, was ich gleich versuchen würde. Vielmehr sollte ich geradewegs zu Mrs. Weathers gehen. Stattdessen öffnete ich meine Zimmertür und traf Jill mit ihrem Laptop an. Hi Sydney, sagte sie lächelnd, ich hätte gerade mit Lee und. Sie stutzte. Was ist los? Ich schaltete meinen eigenen Laptop ein und setzte mich aufs Bett. Während er hochfuhr, griff ich nach einem kleinen Metallkoffer, den ich sorgfältig gepackt hatte, von dem ich jedoch nie erwartet hätte ihn zu benutzen. Kannst du mir etwas Wasser holen? Schnell? Jill zögerte nur einen Moment, bevor sie nickte. Bin gleich wieder da, antwortete sie und sprang von ihrem Bett. Während sie fort war, schloss ich den Koffer mit einem Schlüssel auf, den ich stets bei mir trug. In diesem Koffer befanden sich kleine Mengen dutzender alchemistischer Komponenten, Substanzen, die wir mischten und bei unseren Jobs einsetzten. Von einigen Zutaten, wie solchen, die ich zur Auflösung von Strigoy Leichen benutzte, hatte ich jede Menge, von anderen besaß ich nur eine kleine Probe. Mein Laptop hatte inzwischen gebootet, also lockte ich mich in die alchemistische Datenbank ein. Ein paar Nachforschungen und ich hatte schon bald die Formel für die Antitätowierungsbehandlung. Dann kehrte Jill zurück, eine randvoll mit Wasser gefüllte Tasse in der Hand. Reicht das? Wenn wir uns in einem anderen Klima befänden, hätte ich es direkt aus der Luft gezogen. Schon gut so, erwiderte ich, dankbar darum, dass das Klima sie vom Gebrauch ihrer Magie abgehalten hatte. Ich überflog die Formel und analysierte, welche Zutaten was bewirkten. Im Geiste sortierte ich diejenigen aus, die mit Sicherheit für Gold spezifisch waren. Zwei weitere hatte ich nicht mal dabei, aber ich war mir ziemlich sicher, dass sie lediglich zur Beruhigung der Haut dienten und nicht zwingend erforderlich waren. Ich holte ein paar Zutaten heraus und maß sie vorsichtig, trotzdem so schnell wie möglich, in einer anderen Tasse ab. Falls notwendig, wählte ich ein Ersatzmittel und fügte eine Zutat hinzu, die bestimmt Kupfer abbauen würde, obwohl ich die erforderliche Menge nur abschätzen konnte. Nachdem ich fertig war, nahm ich Jill das Wasser ab und fügte die gleiche Menge hinzu, die die ursprünglichen Anweisungen vorsahen. Das Ergebnis war eine Flüssigkeit, die mich an Jod erinnerte. Ich hob sie hoch und kam mir fast wie ein wahnsinniger Wissenschaftler vor. Jill hatte mich die ganze Zeit über kommentarlos beobachtet, da sie gespürt hatte, dass die Sache dringend sein musste. Ihr Gesicht zeigte tiefe Sorge. Aber sie verkniff sich alle Fragen, die sie sicher haben musste. Als ich den Raum verließ, folgte sie mir, während ich zu Christines Zimmer zurückging. Es waren noch mehr Mädchen als zuvor dort versammelt und es war wirklich ein Wunder, dass Mrs. Weathers den Aufruhr nicht einfach hörte. Für eine Gruppe, die so versessen darauf war, ihre kostbaren Tätowierungen zu verbergen, verhielten sie sich nicht sonderlich zurückhaltend. Ich kehrte an Christines Bett zurück und stellte fest, dass ihr Zustand unverändert war. Mach das Handgelenk frei und haltet den Arm so still wie möglich. Ich richtete die Anweisung nicht an jemand Besonderen, legte jedoch genug Nachdruck hinein, dass bestimmt jemand gehorchen würde. Ich hatte recht. Wenn das nicht funktioniert, holen wir einen Arzt. Mein Tonfall duldete keinen Widerspruch. Julia war blasser als Jill, nickte aber schwach. Zum Zeichen, dass sie damit einverstanden war. Ich nahm den Waschlappen, den sie benutzt hatte, und tauchte ihnen meine Tasse. Tatsächlich hatte ich die Prozedur nie mit angesehen und musste raten, wie man die Mixtur anwandte. Ich sprach ein stummes Gebet, dann drückte ich den Waschlappen auf die Tätowierung an Christines Handgelenk. Sie stieß einen erstickten Schrei aus und bog den Rücken heftig durch. Zwei Mädchen in der Nähe halfen instinktiv, sie festzuhalten. Rauchschwaden stiegen aus dem Waschlappen hervor, den ich ihr auf die Haut drückte, und dann roch ich einen scharfen, beißenden Gestank. Ich wartete lange genug, wie ich hoffte, und nahm den Waschlappen schließlich wieder von ihrem Arm. Das hübsche kleine Gänseblümchen mutierte vor unseren Augen. Seine klaren Linien begannen zu verlaufen und verwischten sich schließlich. Die Kupferfarbe veränderte und verfärbte sich zu einem bläulichen Grün. Es dauerte nicht lange, bis das Muster unkenntlich geworden war, bloß noch ein unförmiger Klecks. Ringsherum erschienen rote Striemen auf ihrer Haut, obwohl deren Ursache eher eine Oberfläche Irritation zu sein schien und nichts Ernstes. Trotzdem sah es schrecklich aus. Ich starrte entsetzt hin. Was hatte ich getan? Alle schwiegen. Keine wusste, was sie tun sollte. Einige Minuten verstrichen, die sich jedoch wie Stunden anfühlten. Abrupt hörten Christines Zuckungen auf. Ihre Atmung wirkte immer noch bemüht, aber sie blinzelte und ihr Blick fokussierte sich, als sähe sie die Welt zum ersten Mal. Ihre Pupillen waren immer noch riesig, doch sie brachte es fertig, sich umzudrehen und sich schließlich auf mich zu konzentrieren. »Sydney«, stieß sie hervor. Danke. Kapitel 16 ich erklärte mein chemisches Experiment dadurch, dass ich sagte, es sei bloß eine Substanz, die ich für den Fall erhalten hatte, dass meine eigene Tätowierung eine allergische Reaktion hervorgerufen hätte. Ich gab natürlich nicht zu, dass ich sie selbst hergestellt hatte. Sie hätten mir diese Tarngeschichte wahrscheinlich abgekauft, hätte ich nicht einige Tage später eine Substanz gefunden, die ein wenig gegen die chemisch hervorgerufenen verbrannten Stellen auf Christins Haut halfen. Gegen den Tintenfleck war die Mixtur machtlos. Offenbar war er permanent vorhanden und sperrte sich sogar gegen die Entfernung durch einen Laser, aber ihre Striemen verblassten tatsächlich ein wenig. Danach sprach sich herum, dass Sydney Melrose die neue Apothekerin am Ort sei. Weil ich von Christines Behandlung etwas übrig behalten hatte, gab ich den Rest der Hautcreme einem Mädchen mit schwerer Akne, da sie auch in diesem Fall wirkte wahrscheinlich tat ich mir damit keinen Gefallen. Die Leute kamen nun wegen aller möglichen Dinge zu mir und boten mir sogar Geld an. Einige Bitten waren sinnlos, wie ein Mittel gegen Kopfschmerzen. Diesen Leuten erklärte ich einfach, sie sollten sich Aspirin besorgen. Andere Bitten überstiegen meine Kräfte und ich wollte nichts damit zu tun haben, wie zum Beispiel Verhütung. Abgesehen von den merkwürdigen Bitten, macht es mir tatsächlich nichts aus, im Alltag mehr Kontakt zu anderen Schülern zu bekommen. Ich war daran gewöhnt, dass die Leute etwas von mir benötigten, daher befand ich mich auf vertrautem Terrain. Einige Leute wollten einfach mehr über mich als Person wissen, was neu war und erfreulicher, als ich erwartet hatte, und wieder andere wollten etwas anderes von mir. Sydney? Ich wartete auf den Beginn meines Englischkurses und schreckte hoch, als ich einen von Greg Slade's Freunden vor meinem Pult stehen sah. Sein Name war Brian, und obwohl ich nicht viel über ihn wusste, war er mir nie so widerlich erschienen wie Slade, was ein Punkt zu Brians Gunsten war. Ja? fragte ich und überlegte, ob er sich vielleicht Notizen von mir borgen wollte. Er hatte zotteliges braunes Haar, das bewusst ungekämmt war und tatsächlich irgendwie süß aussah. Er strich sich mit der Hand darüber und wählte seine Worte sehr sorgfältig. Weißt du etwas über Stummfilme? Natürlich, erwiderte ich. Die ersten wurden gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt und wurden manchmal von Live-Musik begleitet, obwohl der Ton erst in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts wirklich in die Filme integriert wurde und Stummfilme im Kino bald aus der Mode kamen. Brian riss die Augen auf, als sei das mehr, als er erwartet hatte. Oh, okay. Nun, ähm, Nächste Woche findet in der Stadt ein Stummfilmfestival statt. Möchtest du hingehen? Ich schüttelte den Kopf. Nein, ich glaube nicht. Ich respektiere den Stummfilm als Kunstform, aber solche Filme bringen mir nicht sehr viel. Hm, okay. Er strich sich wieder das Haar zurück. Ich konnte fast sehen, wie er nach etwas anderem suchte. Warum und alles in der Welt fragt er mich nach Stummfilm? Was ist mit Starship 30? Das läuft am Freitag. Willst du den sehen? Science Fiction mag ich eigentlich auch nicht, antwortete ich wahrheitsgemäß. Ich fand diese Filme völlig unglaubwürdig. Brian sah so aus, als sei er drauf und dran, sich das zottelige Haar auszureißen. Möchtest du irgendeinen Film da draußen sehen? Im Geiste ging ich eine Liste aktueller Filme durch. Nein, eigentlich nicht. Es klingelte und Brian schlich mit einem Kopfschütteln zu seinem Pult zurück. Das war komisch, murmelte ich. Er hat einen schlechten Geschmack, was Filme betrifft. Als ich zur Seite schaute, sah ich zu meiner Verblüffung, dass Julia den Kopf auf ihrem Pult liegen hatte und unter lautlosem Gelächter erbebte. Was ist? Das ist, stieß sie atemlos hervor. Das war zum Schreien komisch. Was denn, fragte ich noch einmal. Warum? Sydney, er wollte mit dir ausgehen. Ich rief mir das Gespräch noch einmal in Erinnerung. Nein, das wollte er nicht. Er hat mich nach Kinofilmen gefragt. Sie lachte so heftig, dass sie sich eine Träne wegwischen musste. Damit er herausfinden konnte, was du dir gern ansehen würdest, um dich dann dazu einzuladen. Na, aber warum hat er das nicht einfach gesagt? bist so zauberhaft ahnungslos, erwiderte sie. Hoffentlich bin ich an dem Tag in der Nähe, wenn du tatsächlich bemerkst, dass sich jemand für dich interessiert. Nach wie vor stand ich vor einem Rätsel, und sie kicherte während der restlichen Unterrichtsstunde immer wieder ganz plötzlich los. Während ich zu einem Subjekt der Faszination wurde, befand sich Jills Beliebtheit auf dem absteigenden Ast. Zum Teil war ihre Schüchternheit daran schuld, Sie war immer so gehemmt und machte sich solche Sorgen, weil sie so anders war, dass sie davon ausging, auch alle anderen würden ihre Andersartigkeit wahrnehmen. Sie hielt sich aus Furcht vor den Leuten fern, weswegen sie hochmütig erschien. Was alles überraschenderweise noch verschlimmerte, war, dass Jills ärztliches Attest von den Alchemisten angekommen war. Die Schule wollte ihr kein anderes Wahlfach zuweisen, dessen Kurs bereits begonnen hatte. Anfänger durften nicht als Lehrhilfen arbeiten. Betray ist tat. Nach einer Beratung mit Miss Carson war man schließlich zu dem Schluss gekommen, dass Jill an allen sportlichen Aktivitäten teilnehmen würde, die im Haus stattfanden, jedoch andere Aufgaben erledigte, wenn wir draußen waren. Das bedeutete normalerweise, dass sie Berichte über so etwas wie die Geschichte des Softballs schreiben musste. Leider isolierte sich Jill dadurch, dass sie die halbe Zeit nicht am Sportunterricht teilnahm, nur umso mehr. Maika war nach wie vor in sie vernaht trotz aller Widrigkeiten. Lee hat mir heute Morgen eine SMS geschickt, erzählte sie mir eines Tages beim Mittagessen. Er will mich am Wochenende zum Abendessen ausführen. Glaubst du? Ich meine. Ich weiß, ihr müsstet eigentlich auch mitkommen. Unsicher blickte sie zwischen Eddie und mir hin und her. Wer ist Lee? fragte Maika. Er hatte sich gerade zu uns gesetzt. Einige Sekunden lang herrschte verlegenes Schweigen. Oh sagte Jill und wandte den Blick ab. Er ist dieser, ähm. Er ist nicht auf dieser Schule, sondern geht aufs College in Los Angeles. Maika verarbeitete diese Informationen. Er hat dich um ein Date gebeten? Ja, tatsächlich sind wir auch schon mal ausgegangen. Ich schätze, irgendwie kann man das, naja, Dates nennen. Aber es ist nichts Ernstes, meldete sich Eddie zu Wort. Ich war mir nicht sicher, ob er das aus Rücksicht auf Maikas Gefühle sagte oder ob es seinem Beschützerinstinkt entsprang, weil er verhindern wollte, dass Jill irgendjemandem zu nahe kam. Maika war ziemlich gut darin, seine Gefühle zu verbergen. Das musste ich ihm lassen. Nach kurzer Bedenkzeit schenkte er Jill schließlich ein Lächeln, das allerdings ein klein wenig gezwungen wirkte. Na ja, das ist toll. Hoffentlich lerne ich ihn mal kennen. Danach wandte sich das Gespräch wieder dem bevorstehenden Footballspiel zu und niemand sprach noch einmal von Lee. Nachdem er von Lee erfahren hatte, veränderte sich Maikas Verhalten Jill gegenüber. Aber er hing trotzdem noch die ganze Zeit mit uns herum. Vielleicht hoffte er, dass Jill und Lee sich trennten. Oder es lag einfach daran, dass Maika und Eddie viel Zeit miteinander verbrachten und Eddie war einer von Jills wenigen Freunden. Aber das Problem war nicht Maika. Es war Laurel. Ich glaubte nicht, dass Micah sich für Laurel interessiert hätte, selbst wenn Jill nicht im Spiel gewesen wäre. Aber Laurel betrachtete Jill trotzdem als Bedrohung und gab sich alle Mühe, ihr das Leben schwer zu machen. Sie streute Gerüchte über sie aus und machte in den Fluren und während des Unterrichts spitze Bemerkungen über Jills helle Haut, ihre Größe und ihr mageres Erscheinungsbild. Jills größte Unsicherheiten. Ein- oder zweimal hörte ich, wie in den Fluren Vampirmädchen geflüstert wurde, dann gefror mir jedes Mal das Blut in den Adern, ganz gleich, wie oft ich mir auch ins Gedächtnis rief, dass es ein Scherz war. Jill ist nicht das, was Laurel oder Micah voneinander fernhält, bemerkte ich eines Tages zu Julia und Christine. Meine fortgesetzten Bemühungen, Logik und Vernunft auf das gesellschaftliche Verhalten in der Schule anzuwenden, erheiterte sie. Ich verstehe es nicht. Er mag Laurel einfach nicht. Ja, aber für sie ist es leichter in Gill das Problem zu sehen, obwohl Laure in Wirklichkeit einfach bloß ein Miststück ist und Maika das weiß, erklärte Julia. Seit der peinlichen Begegnung mit Brian hatten Sie und Christine es übernommen, mir beizubringen, wie sich normale Menschen verhielten. Außerdem hat Laure einfach gern jemanden, den sie pisacken kann, meinte Christine. Sie sprach nur selten über die Tätowierung, war seither aber ernst und nüchtern gewesen. Okay, sagte ich in dem Versuch, ihrer Logik zu folgen. Aber ich war diejenige, die sie darüber zur Rede gestellt hat, dass sie sich die Haare färbt. Sie hat kaum ein Wort mit mir gesprochen. Christine lächelte. Es macht keinen Spaß, dich zu piesacken. Du wehrst dich. Jill verteidigt sich nicht groß und hat auch nicht viele Leute, die für sie eintreten. Sie ist eine leichte Zielscheibe. Zumindest etwas Positives geschah dann doch. Nach dem Missgeschick in Los Angeles verhielt sich Adrian nach wie vor tadellos, obwohl ich mich fragte, wie lange es dauern mochte. Wie ich von Jill erfuhr, war er noch immer unglücklich und langweilte sich. Lees Stundenplan war unregelmäßig, aber es war ja ohnehin nicht seine Aufgabe, sich um Adrian zu kümmern. Tatsächlich schien es keine gute Lösung für sie zu geben. Wenn Adrian seinen Lastern frönte, litt sie an den Folgen seines Katers und seiner romantischen Zwischenspiele. Andernfalls fühlte er sich elend und das Gefühl drang ebenfalls langsam in sie ein. Die beiden konnten nur hoffen, dass Jill irgendwann lernen würde, ihn aus ihrem Geist fernzuhalten. Aber nach dem, was Rosie erzählt hatte, konnte das sehr lange dauern. Als Jill das nächste Mal zur Nahrungsaufnahme musste, sah ich Keiths Wagen zu meiner Enttäuschung in Clarence Einfahrt stehen. Wenn er bei diesem Auftrag schon nicht aktiv mithelfen wollte, Wäre mir am liebsten gewesen, er hätte sich ganz fern gehalten. Er betrachtete diese Überwachungsbesuche offensichtlich als Arbeit und rechtfertigte seine Anwesenheit weiterhin damit. Nur dass Kies nirgendwo zu sehen war, als wir uns mit Adrian im Wohnzimmer trafen. Clarence war ebenfalls nicht anwesend. Wo sind Sie? fragte ich Adrian. Adrian lag auf dem Sofa und legte gerade ein Buch beiseite, in dem er gelesen hatte. Ich hatte das Gefühl, dass das Lesen eine seltene Beschäftigung für ihn war, und hatte beinahe ein schlechtes Gewissen, weil ich ihn gestört hatte. Er unterdrückte ein Gähnen. Alkohol war nirgendwo zu entdecken, aber ich bemerkte doch etwas, das wie drei leere Dosen eines Energy Drinks aussah. Er zuckte die Achseln. Keine Ahnung. Sie sind irgendwo hingegangen, um zu reden. Dein Freund hat einen abartigen Sinn für Humor. Ich glaube, er bestätigt Clarence in seiner Paranoia hinsichtlich der Vampirjäger. Ich warf einen unbehaglichen Blick auf Lee, der sofort ein Gespräch mit Jill angefangen hatte. Beide waren so sehr miteinander beschäftigt, dass sie offenbar nicht einmal bemerkten, was wir übrigen besprachen. Ich wusste, wie sehr dieses Gerede über Vampirjäger Lee zu schaffen machte. Er würde es nicht gern sehen, wenn Keith Clarence darin ermutigte. Weiß Clarence von dem Mord in L.A., fragte Eddie. Es gab keinen Grund, warum Keith nichts davon wissen sollte, da er bei den Alchemisten allgemein bekannt war, aber ich wusste nicht genau, ob er die Verbindung zu Clarence hergestellt hatte oder nicht. Er hat es nicht erwähnt, antwortete Adrian. Ich schwöre, Keith tut das nur, weil er sich langweilt oder so. Nicht mal ich bin so tief gesunken. Hast du das stattdessen getan? fragte ich. Ich setzte mich ihm gegenüber und zeigte auf die Energy Drinks. Hey, es ist kein Wodka oder Brandy oder, na, eben sonst was Gutes. Seufzend setzte Adrian eine Dose an die Lippen und trank die letzten Tropfen. Also kannst du mir das ja mal hoch anrechnen. Eddie betrachtete die Dosen. Hat Jill nicht gesagt, sie hätte gestern Nacht nicht richtig schlafen können? Adrian, sagte ich mit einem Stöhnen. Eddie hatte recht. Mir war aufgefallen, dass Jill sich ständig hin und her gewälzt hatte. Irgendein Koffein-Derivat wäre gewiss eine Erklärung. Hey, »Ich gebe mir ja Mühe«, erwiderte Adrian. »Wenn du mich von hier wegbringen könntest, Sage, dann wäre ich nicht gezwungen, meine Sorgen in Taurin und Ginseng zu ertränken.« »Sie kann nicht, Adrian, und das weißt du«, sagte Eddie. »Kannst du nicht?« »Ich weiß nicht. Dir ein Hobby suchen oder sowas?« »Charmant zu sein ist mein Hobby«, entgegnete Adrian stur. »Ich bin das Herz einer Party« sogar ohne zu trinken. Es ist mir einfach nicht bestimmt, allein zu sein. Du könntest dir einen Job suchen? schlug Eddie vor, während er auf einem Stuhl in der Ecke Platz nahm. Er lächelte, belustigt über seinen eigenen Witz. Das würde deine beiden Probleme lösen. Du würdest etwas Geld verdienen und wärst mit Leuten zusammen. Finster runzelte Adrian die Stirn. Vorsicht, Kerstall. Es gibt nur einen Komiker in dieser Familie. Ich richtete mich auf. Tatsächlich ist das gar keine schlechte Idee. Es ist eine grässliche Idee, widersprach Adrian, während er zwischen mir und Eddie hin und her schaute. Warum? fragte ich. Ist das der Teil, in dem du uns mitteilst, dass deine Hände keine körperliche Arbeit verrichten? Es ist eher der Teil, in dem ich der Gesellschaft nichts anzubieten habe, konterte er. Ich könnte dir helfen, erbot ich mich. Würdest du die Arbeit erledigen und mir den Gehaltscheck ausschreiben? fragte Adrian hoffnungsvoll. Denn das würde tatsächlich helfen. Ich kann dich zu deinen Vorstellungsgesprächen fahren, erwiderte ich. Und ich kann dir einen Lebenslauf schreiben, der dir jeden Job verschaffen würde. Ich musterte ihn und überlegte. Naja, innerhalb vernünftiger Grenzen. Adrian regelte sich. Tut mir leid, Sage. Mir ist einfach nicht danach. In diesem Moment kamen Clarence und Keith herein. Clarence strahlte über das ganze Gesicht. Danke, danke, sagte er immer wieder. Es ist so schön, mit jemandem zu reden, der meine Sorgen hinsichtlich der Jäger versteht. Ich hatte gar nicht gewusst, dass Keith auch noch etwas anderes verstand als seine eigene selbstsüchtige Natur. Lies Mine verdüsterte sich, als er begriff, dass Keith die Unvernunft des alten Mannes noch förderte. Trotzdem enthielt sich der Maurer der Kommentare, die er zweifellos gern gemacht hätte. Es war das erste Mal, dass ich den Ausdruck eines dunklen Gefühls auf Lee's Gesicht wahrgenommen hatte. Anscheinend konnte Keith selbst der fröhlichsten Person die Laune verderben. Clarence freute sich, uns zu sehen, genau wie Dorothy. Menschen, die Vampiren Blut gaben, waren nicht nur wegen der Tat selbst einfach verabscheuenswert. Abstoßend war auch die Sucht, die daraus resultierte. Vampire setzten in jenen, von denen sie tranken, Endorphine frei, Endorphine, die für eine angenehme Euphorie sorgten. Menschliche Spender, die unter Mora lebten, verbrachten ganze Tage in diesem euphorisierten Zustand und wurden davon stark abhängig. Jemand wie Dorothy, die jahrelang nur mit Clarence zusammengelebt hatte, war nicht oft genug gebissen worden, um wirklich süchtig zu werden. Jetzt, da Jill und Adrian aufgetaucht waren, erhielt Dorothy in ihrem Alltag eine zunehmende Menge an Endorphinen. Bei Jills Anblick leuchteten ihre Augen auf, was zeigte, dass sie Lust auf mehr hatte? Hey, Sage, sagte Adrian. Ich will kein Vorstellungsgespräch, aber kannst du mich vielleicht irgendwo hinfahren, wo ich Zigaretten bekommen kann? Ich wollte ihm gerade erklären, dass ich ihm bei einer so schmutzigen Angewohnheit nicht helfen würde, bemerkte dann jedoch, dass er Dorothy vielsagend ansah. Wollte er mich lediglich von hier wegschaffen? fragte ich mich. Mir einen Vorwand liefern, damit ich bei der Nahrungsaufnahme nicht zugegen sein musste? Soweit ich es verstanden hatte, verbargen sich Mora bei ihren Nahrungsaufnahmen nicht voreinander. Jill und Dorothy verließen im Allgemeinen einfach mir zuliebe den Raum. Ich wusste, dass sie es wahrscheinlich wieder täten, beschloss aber, die Chance zu nutzen, um zu verschwinden. Natürlich sah ich Keith an, um mich abzusichern, denn ich erwartete, dass er protestieren würde. Doch er zuckte lediglich die Achseln. Es sah so aus, als sei ich das Letzte, womit er sich beschäftigte. Okay. Erwiderte ich und stand auf. Fahren wir. Im Wagen drehte sich Adrian zu mir um. Ich habe meine Meinung geändert, erklärte er. Ich werde dein Angebot annehmen, mir bei der Suche nach einem Job zu helfen. Ich hätte beinahe das Lenkrad verrissen und wäre auf die Gegenfahrbahn geraten. Nur wenig hätte mich von seiner Seite mehr überraschen können. Und er äußerte regelmäßig ziemlich überraschende Sachen. Das ging aber schnell. Meinst du das ernst? So ernst, wie mir überhaupt etwas sein kann. Willst du mir immer noch helfen? Ich nehme an, ja, obwohl meiner Hilfe Grenzen gesetzt sind. Ich kann dir den Job nicht wirklich verschaffen. Im Geiste ging ich die Liste der Dinge durch, die ich über Adrian wusste. Du hast wohl keine Ahnung, was du gern tätest? Ich will etwas Unterhaltsames, antwortete er. Er überlegte noch ein Weilchen länger. Und ich will Unmengen von Geld verdienen. Aber dabei so wenig arbeiten wie möglich. Zauberhaft, murmelte ich, das engt die Suche etwas ein. Wir erreichten die Innenstadt und mir gelang es perfekt einzupacken, was ihn nicht annähernd so beeindruckte, wie es das eigentlich sollte. Wir befanden uns direkt vor einem Minimarkt, und ich wartete draußen, während er hineinging. Abendliche Schatten senkten sich herab. Ich war ständig außerhalb des Schulgeländes, aber bisher war ich immer nur zu Clarence gefahren, zu Minigolfplätzen und zu Fastfood Filialen. Wie sich herausstellte, war Palm Springs wirklich hübsch. Boutiquen und Restaurants säumten die Straßen und ich hätte Stunden damit verbringen können, Leute zu beobachten. Rentnerin Golfmontur schlenderten neben jungen, glamourösen Damen aus der Schickeria. Ich wusste zwar, dass viele Berühmtheiten ebenfalls hierher kamen, aber ich hatte keineswegs genug Ahnung von der Welt der Unterhaltung, um genau zu wissen, wer wer war. Man, sagte Adrian, als er aus dem Laden kam. Sie haben den Preis für meine normale Marke erhöht. Musste irgend so einen Scheiß nehmen. Weißt du, begann ich, aufhören wäre auch eine ganz tolle Methode, um etwas Geld zu. Ich erstarrte, als ich etwas weiter entfernt auf der Straße etwas entdeckte. Drei Häuserblocks vor uns konnte ich durch die Blätter einiger Palmen gerade noch ein Schild ausmachen, auf dem in kunstvollen gotischen Lettern der Name Nevermore stand. Das also war das Tätowierstudio, die Quelle der Tätowierungen, die es an der Amberwood reichlich gab. Seit Christines Zwischenfall hatte ich den Wunsch gehabt, mehr darüber in Erfahrung zu bringen, war mir aber nicht sicher gewesen, wie ich dabei vorgehen sollte. Jetzt bot sich mir die Chance. Ein Moment lang dachte ich daran, dass Keith mir eingeschärft hatte, ich solle mich auf nichts einlassen, das Aufmerksamkeit erregen oder Ärger machen könnte. Dann dachte ich daran, wie Christine während ihrer Überdosis ausgesehen hatte. Das war die Gelegenheit, tatsächlich etwas zu tun. Also traf ich eine Entscheidung. Adrian, sagte ich, ich brauche deine Hilfe. Ich zog ihn zu dem Tätowierstudio hinüber und setzte ihn dabei über die Situation ins Bild. Ein Moment lang schien er so interessiert an den Tätowierungen, die heiß bewirken, dass ich schon dachte, er würde eine wollen. Als ich ihm jedoch von Christine erzählte, ebbte seine Begeisterung ab. Auch wenn es keine Alchemistentechnologie ist, ist es trotzdem gefährlich, erklärte ich. Nicht nur in Christines Fall. Was Slade und diese Jungen tun, sie benutzen Steroide, um im Football besser zu sein, ist genauso schlimm. Da werden Leute verletzt. Ich dachte plötzlich an Treys Schnittwunden und Prellungen. Eine kleine Gasse trennte das Tätowierstudio von einem benachbarten Restaurant. Wir blieben kurz davor stehen. Eine Tür öffnete sich auf der Seite des Studios, dann trat ein Mann heraus, der sich eine Zigarette anzündete. Er war nur zwei Schritte weit gekommen, als ein anderer Mann den Kopf durch die Nebentür steckte und rief Wie lange bleibst du weg? Hinter ihm konnte ich Regale und Tische sehen. Ich laufe nur schnell zum Laden runter, antwortete der Mann mit der Zigarette. In zehn Minuten bin ich zurück. Der andere Mann ging wieder hinein und schloss die Tür. Einige Sekunden später sahen wir ihn durch das Fenster an der vorderen Seite des Studios, wo er etwas auf der Theke wegräumte. Ich muss da rein, sagte ich zu Adrian, durch diese Tür. Er zog eine Augenbraue hoch. Was? Du willst dich einschleichen? Wie geheimnisvoll. Und oh, du weißt schon, gefährlich und blöde. Ich weiß, antwortete ich, überrascht darüber, wie gelassen ich das zugab. Aber ich muss etwas herausfinden und das könnte meine einzige Chance sein. Dann werde ich mit dir reingehen, falls dieser Typ zurückkommt, meinte er mit einem Seufzen. Niemand soll sagen, dass Adrian Iwaschkow Damen in Not nicht helfe. Außerdem hast du ihn gesehen? Er sah wie ein wahnsinniger Biker aus. Sie haben beide so ausgesehen. Ich will nicht, dass du. Moment mal. Mir kam eine Erleuchtung. Du redest mit dem Mann drin. Hm? Geh vorne rein. Lenk ihn ab, damit ich mich umschauen kann. Rede mit ihm über, ich weiß auch nicht, dir wird schon was einfallen. Schnell hackten wir einen Plan aus. Ich schickte Adrian los, während ich in der Gasse verschwand und mich der Tür näherte. Ich zog am Griff und fand die Tür abgeschlossen. Natürlich, murmelte ich. Welches Geschäft würde schon eine derart abgelegene Tür offen und unverschlossen lassen? Mein brillanter Plan wollte schon in sich zusammenfallen, aber da kam mir in den Sinn, dass ich meine Notfallausrüstung in der Handtasche hatte. Meine volle Ausrüstung benötigte ich nur selten, einmal abgesehen von Highschool-Akne-Krisen, daher ließ ich sie für gewöhnlich zu Hause. Aber Alchemisten waren immer im Dienst, ganz gleich wo sie sich befanden, falls sie Vampirsichtungen vertuschen mussten. Und so hatten wir ständig einige Kleinigkeiten bei uns. Eine davon war die Substanz, die den Leichnam eines Strigoi in weniger als einer Minute auflösen konnte. Eine andere war genauso wirkungsvoll, wenn es darum ging, Metall aufzulösen. Dabei handelte es sich um eine Art Säure, und ich bewahrte sie in einer geschützten Fiole in meiner Handtasche auf. Schnell fischte ich sie heraus und schraubte sie auf. Ein stechender Geruch schlug mir entgegen, und ich rümpfte die Nase. Mit der gläsernen Pipette der Fiole beugte ich mich vorsichtig vor, und platzierte einige Tropfen direkt auf der Mitte des Schlosses. Sofort stieg ein weißer Nebel auf und ich wich zurück. Binnen 30 Sekunden hatte sich alles verflüchtigt und in der Mitte des Türgriffs war ein Loch. Eines der schönen Dinge an diesem Zeug, das wir Schnellfeuer nennen, war die Tatsache, dass es äußerst schnell reagierte. Jetzt war es neutralisiert und stellte keine Gefahr mehr für meine Haut dar. Ich drückte die Klinke herunter, sie gab nach. Ich öffnete die Tür lediglich einen Spalt breit, um mich davon zu überzeugen, dass niemand sonst in der Nähe war. Nein. Leer. Ich stahl mich hinein, zog leise die Tür hinter mir zu und legte einen Riegel auf der Innenseite vor, damit die Tür auch verschlossen blieb. Wie ich von außen gesehen hatte, war dies ein Lagerraum für alle möglichen Utensilien des Tätowiergewerbes. Drei Türen umgaben mich. Eine führte in ein Badezimmer, eine in einen verdunkelten Raum und die dritte in den vorderen Teil des Ladens und zur Theke. Licht fiel durch diese Tür, und ich hörte Adrians Stimme. Mein Freund hat eine, sagte er gerade. Ich habe sie gesehen, und er meinte, er hätte sie hier bekommen. Nun kommen Sie schon, spielen Sie keine Spielchen mit mir. Tut mir leid, kam die schroffe Antwort. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Ich machte mich daran, langsam die Schränke und Schubladen zu durchsuchen. Las Etiketten und hielt Ausschau nach irgendetwas Verdächtigem. Es gab eine ganze Menge Vorräte und nicht viel Zeit. Geht es um Geld? fragte Adrian. Da habe ich genug. Sagen Sie mir einfach, wie viel es kostet. Es folgte eine lange Pause und ich hoffte, dass man Adrian nicht bitten würde, Bargeld vorzuzeigen, da er seine letzten Münzen zur Förderung von Krebs ausgegeben hatte. Ich weiß nicht, meinte der Mann schließlich. Wenn ich diese Kupfertätowierung machen könnte, von der Sie reden, und ich sage nicht, dass ich es kann, könnten Sie es sich wahrscheinlich nicht leisten. Ich es Ihnen doch gesagt, erwiderte Adrian. Nennen Sie einfach Ihren Preis. Wofür genau interessieren Sie sich denn? erkundigte sich der Mann langsam. Nur für die Farbe? Ich glaube, das wissen wir beide, gab Adrian schlau zurück. Ich will die Farbe und ich will die Bonuswirkungen. Außerdem will ich, dass es hammerhart aussieht. Sie können das Muster, das ich haben will, wahrscheinlich überhaupt nicht machen. Das sollte die geringste ihrer Sorgen sein, meinte der Mann. Ich mache das schon seit Jahren. Ich kann alles zeichnen, was Sie wollen. Ja? Können Sie ein Skelett zeichnen, das ein Motorrad fährt, aus dem Flammen schlagen und ich will einen Piratenhut auf dem Skelett und einen Papagei auf seiner Schulter. Ein Skelettpapagei oder vielleicht ein ninja papagei Nein, das wäre des guten doch etwas zu viel. Aber es wäre cool, wenn das Bikerskelett einige Ninja-Wurfsterne werfen könnte, die brennen. In der Zwischenzeit hatte ich noch immer keine Spur von dem gesehen, was ich brauchte. Aber es blieben eine weitere Million Nischen und Ecken zu erkunden. Panik stieg in mir auf. Mir würde die Zeit ausgehen. Dann sah ich zu dem dunklen Raum hinüber und ging dort hinein. Nach einem schnellen Blick in den vorderen Teil des Ladens legte ich den Dichtschalter um und hielt den Atem an. Es hatte wohl niemand etwas bemerkt, denn das Gespräch setzte sich ohne Unterbrechung fort. Das ist das Lächerlichste, was ich je gehört habe, erklärte der Tätowierer. Das werden die Damen aber anders sehen, erwiderte Adrian. Hören Sie, mein Junge, sagte der Mann. Es geht nicht mal um Geld. Es geht um Verfügbarkeit. Sie reden da von einer Menge Tinte und so viel habe ich nicht vorrätig. Na gut, wann bekommen Sie denn Ihre nächste Lieferung? fragte Adrian. Ehrfürchtig sah ich mir an, was ich gefunden hatte. Ich befand mich in dem Raum, wo die Tätowierungen gemacht wurden. Da standen eine Liege, viel bequemer als der Tisch, auf dem ich meine Tätowierung bekommen hatte, und ein kleiner Beistelltisch mit dem Besteck, das anscheinend gerade erst benutzt worden war. Ich habe noch einige Leute vor Ihnen auf der Warteliste, und ich weiß nicht, wann Nachschub kommt. Können Sie mich anrufen, wenn Sie mehr wissen? bat Adrian. Ich gebe Ihnen meine Nummer. Mein Name ist Jet Steel. Wäre meine eigene Situation nicht so angespannt gewesen, ich hätte aufgestöhnt. Jet Steel? Wirklich? Bevor ich noch viel länger darüber nachdenken konnte, fand ich endlich, wonach ich gesucht hatte. Die Tätowierpistole auf dem Tisch hatte ihren eigenen Tintenbehälter. Daneben aber lagen mehrere kleine Fiolen. Sie waren zwar alle leer, doch in einigen befanden sich noch ausreichend metallische Überreste von ihren früheren Zutaten, um mir einen Hinweis zu geben. Ohne lange zu überlegen, schraubte ich sie schnell zu und steckte sie in meine Handtasche. In der Nähe bemerkte ich einige versiegelte Fiolen voller dunkler Flüssigkeit. Ich erstarrte für einen Moment. Vorsichtig nahm ich eine in die Hand, öffnete sie und schnupperte daran. Es war das, was ich befürchtet hatte. Ich schraubte den Deckel wieder zu und legte auch diese Feolen in meine Handtasche. Genau in diesem Moment hörte ich ein Klappern hinter mir. Jemand versuchte, die Hintertür zu öffnen. Ich hatte sie jedoch verriegelt, also gab sie nicht nach. Trotzdem, es bedeutete, dass meine Zeit fürs Schnüffeln vorbei war. Ich zog gerade den Reißverschluss meiner Handtasche hoch, als der Vordereingang des Ladens geöffnet wurde. Joey, warum ist die Hintertür verschlossen? Fragte eine wütende Stimme. Sie ist immer verschlossen. Nein! Der Riegel war vorgeschoben. Von innen! Das war er nicht, als ich gegangen bin. Stichwort für meinen Abgang. Ich knipste das Licht aus und huschte durch den Lagerraum zurück zur Tür. Erwarten Sie! rief Adrian. In seiner Stimme war ein ängstlicher Unterton, als ob er jemandes Aufmerksamkeit erregen wollte. Ich hatte das unbehagliche Gefühl, dass die beiden Männer, die hier arbeiteten, gerade hinter die Theke eilten, um der Sache auf den Grund zu gehen. »Ich muss noch etwas über die Tätowierung wissen. Kann der Papagei auch einen Piratenhut tragen? Ich meine natürlich einen Miniaturhut?« »Gleich. Wir müssen etwas überprüfen.« Die Stimme war lauter als zuvor, näher. Ich fummelte an dem Riegel herum, bekam ihn endlich auf und öffnete die Tür. Dann eilte ich hinaus, gerade als ich Stimmen hinter mir hörte. Ohne innezuhalten und mich umzublicken, zog ich die Tür zu und lief aus der Gasse und die Straße hinauf, dorthin zurück, wo ich geparkt hatte. Ich war mir ziemlich sicher, dass die Männer mich nicht richtig zu Gesicht bekommen hatten. Ich war lediglich eine Gestalt gewesen, die zur Tür hinausgehuscht war. Trotzdem war ich dankbar für die Menschenmenge auf der Straße. Ich konnte gleich darin untertauchen, als ich mich meinem Wagen zuwandte und die Tür aufschloss. Meine Hände waren verschwitzt und zitterten, während ich mich mit dem Schlüssel abmühte. Ich wollte mich unbedingt umsehen, hatte jedoch Angst, die Aufmerksamkeit der beiden Männer auf mich zu lenken, falls sie auf der Straße waren und nach mir suchten. Solange sie keinen Grund hatten, mich zu verdächtigen. Plötzlich packte jemand meinen Arm und riss mich weg. Ich schnappte nach Luft. Ich bin es, sagte eine Stimme. Adrian. Ich hauchte einen Seufzer der Erleichterung. Dreh dich nicht um, fuhr er gelassen fort. Steig einfach ein. Ich gehorchte. Sobald wir beide sicher im Wagen saßen, holte ich tief Luft, vom Hämmern meines Herzens überwältigt. Aus Angst entstandenes Adrenalin wogte durch meine Brust, und zwar so stark, dass es schmerzte. Ich schloss die Augen und lehnte mich zurück. Das war zu knapp, meinte ich. Und übrigens, du hast deine Sache gut gemacht. Ich weiß, antwortete er stolz. Und jetzt will ich tatsächlich auch diese Tätowierung haben. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ich öffnete die Augen und seufzte. Ja, und noch viel mehr. Also was ist es? Sie geben Drogen in die Tätowierungen? Schlimmer, antwortete ich. Sie verwenden Vampirblut. Kapitel 17. Meine Entdeckung hob das Tätowierungsproblem auf eine ganz neue Ebene. Zuvor war ich einfach davon ausgegangen, gegen Leute zu kämpfen, die durch Techniken, die den Methoden der Alchemisten ähnlich waren, Drogen an der Amberwood verbreiten wollten. Es war eine Frage der Moral gewesen. Jetzt allerdings, da Blut im Spiel war, mussten die Alchemisten ran. Unser ganzer Daseinszweck bestand schließlich darin, Menschen vor der Existenz von Vampiren zu schützen. Wenn jemand Menschen illegal Vampirblut zuführte, hatte der Betreffende die Grenze überschritten, für deren Schutz wir Tag um Tag hart arbeiteten. Ich wusste, dass ich die Sache sofort melden sollte. Wenn jemand Vampirblut in die Hände bekommen hatte, mussten die Alchemisten ein Team herschicken und Nachforschungen anstellen. Wenn ich der normalen Befehlskette folgen wollte, wäre es wahrscheinlich das Richtige gewesen, es Keith zu sagen, damit er es unserem Vorgesetzten mitteilte. In diesem Fall hatte ich jedoch keinen Zweifel daran, dass er sämtliche Lorbeeren für die Entdeckung dieser Geschichte für sich beanspruchen würde. Das durfte ich nicht zulassen. Und nicht nur, weil ich den Ruhm für mich selbst wollte. Zu viele Alchemisten hielten Keith irrtümlich für eine aufrechte Person. Ich wollte diesem Glauben nicht zusätzlich Nahrung geben. Aber bevor ich etwas unternahm, musste ich herausfinden, was die restlichen Fiolen enthielten. Ich konnte Vermutungen im Hinblick auf die metallischen Überreste anstellen, wusste jedoch nicht genau, ob sie, wie das Blut, direkt aus dem Alchemistenkatalog stammten oder einfach nur billige Imitate waren. Und wenn es unsere Formeln waren, war nicht auf einen Blick ersichtlich, worum es sich dabei handelte. Das Silberpulver in einer Fiole zum Beispiel konnte einige verschiedene Komponenten der Alchemisten enthalten, ich hatte zwar die Mittel, einige Experimente durchzuführen und es herauszufinden, aber eine Substanz stellte mich vor ein Rätsel. Es war eine durchsichtige, leichte Flüssigkeit ohne wahrnehmbaren Geruch. Meine Vermutung war, dass es sich um ein Narkotikum handelte, das bei den Celestial Tätowierungen benutzt wurde. Vampirblut würde diesen Heizustand nicht bewirken, obwohl es absolut die verrückten sportlichen Leistungen der sogenannten Stahltätowierungen erklären konnte. Also führte ich sämtliche Experimente durch, die ich nebenbei machen konnte, während ich weiter am normalen Leben der Schule teilnahm. Wir spielten diese Woche im Sportunterricht Basketball in der Halle, also nahm Jill teil und wurde sogleich Opfer von Laurels bissigen Kommentaren. Ich hörte sie immer wieder so etwas sagen wie, man sollte doch meinen, dass sie erheblich besser wäre, weil sie so groß ist. Sie kann den Korb ja praktisch berühren, ohne zu springen. Oder, warum verwandelt sie sich nicht in eine Fledermaus und fliegt hinauf? Ich zuckte zusammen. Immer wieder musste ich mir sagen, dass ich aus den Scherzen keine große Sache machen durfte. Aber jedes Mal, wenn ich einen hörte, ergriff mich die Panik, die ich jedoch verbergen musste. Wenn ich Jill helfen wollte, hatte ich dafür zu sorgen, dass die Neckereien ganz und gar aufhörten, nicht nur die, die sich auf Vampire bezogen. Es wäre wenig hilfreich, wenn ich noch mehr Aufmerksamkeit auf diese Bemerkungen lenkte. Maika versuchte nach jedem Angriff Jill zu trösten, was Laurel offensichtlich nur noch mehr erbitterte. Laurels Kommentare waren nicht die einzigen, die mir zu Ohren kamen. Seit meinem Einbruch in das Tätowierstudio hatte ich von Slade und seinen Freunden eine beträchtliche Menge interessanter Informationen erhalten. Na und? Hat er gesagt wann? Miss Carson führte gerade die Anwesenheitskontrolle durch, und Slade quetschte einen Jungen namens Tim aus, der vor kurzem einen Ausflug in das Studio unternommen hatte. Tim schüttelte den Kopf. Nein, Sie haben irgendwelche Probleme mit der Lieferung. Hört sich an, als hätte der Lieferant die Sachen zwar, wollte sie aber nicht zum selben Preis abgeben. Verdammt, knurrte Slade, ich brauche eine Auffrischung. Hey, sagte Jim, was ist mit mir? Ich habe noch nicht mal meine erste bekommen. Es war nicht das erste Mal, dass ich jemanden, der bereits ein Celestial hatte, sagen hörte, er bräuchte eine Auffrischung. Sucht am Werk. Zum Ende der Sportstunde war Jills Gesicht hart, und ich hatte das Gefühl, dass sie mit aller Gewalt ihre Tränen unterdrückte. Ich wollte in der Umkleidekabine mit ihr sprechen, aber sie schüttelte einfach den Kopf und ging zu den Duschen hinüber. Ich war gerade selbst auf dem Weg dorthin, als ich ein Kreischen hörte. Diejenigen von uns, die noch bei den Schließfächer waren, rannten in den Duschraum, um zu sehen, was los war. Laurel riss den Vorhang von ihrer Kabine zurück und kam herausgerannt, ohne sich darum zu scheren, dass sie nackt war. Ich riss die Augen auf. Ihre Haut war mit einer feinen Eisschicht bedeckt. Die Wassertröpfchen von der Dusche waren auf ihrer Haut und in ihrem Haar gefroren, obwohl sie in dem Dunst und der Hitze des restlichen Raums bereits zu schmelzen begannen. Ich schaute zu der Dusche selbst hinüber und bemerkte, dass das Wasser, das aus dem Hahn strömte, ebenfalls gefroren war. Nachdem Laurel losgeschrien hatte, war Miss Carson hereingelaufen gekommen, genauso erschrocken wie wir über die scheinbare Unmöglichkeit, die wir gerade miterlebt hatten. Schließlich erklärte sie, es müsse irgendein verrücktes Problem mit den Rohren und dem Durchlauferhitzer sein. Das war typisch für meine Mitmenschen. Sie griffen immer nach weit hergeholten wissenschaftlichen Erklärungen, bevor sie sich dem Fantastischen näherten. Aber damit hatte ich kein Problem. Es erleichterte mir meinen Job. Miss Carson versuchte, Laurel dazu zu bewegen, in eine andere Duschkabine zu gehen, um sich das Eis abzuwaschen, aber sie weigerte sich. Sie wartete darauf, bis alles geschmolzen war, dann rubbelte sie sich ab. Ihr Haar sah schrecklich aus, als sie schließlich zum nächsten Kurs ging, und ich grinste hämisch. Heute würden keine Haare über die Schulter geworfen werden. Jill, rief ich, als ich sie sah. Sie wollte gerade in dem Schwarm von Mädchen untertauchen, die den Umkleideraum verließen. Schuldbewusst warf sie einen Blick zurück über ihre Schulter, ließ sonst aber nicht erkennen, dass sie mich gehört hatte. Ich folgte ihr dicht auf den Fersen. Jill, rief ich noch einmal. Ganz eindeutig mied sie mich. Im Flur entdeckte Jill Maika und lief zu ihm hinüber. Schlau. Sie wusste, dass ich in seiner Gegenwart keine gefährlichen Fragen stellen würde. Es gelang ihr, mir für den Rest des Tages aus dem Weg zu gehen, aber ich überwachte unser Zimmer, bis sie endlich nach Hause kam, kurz vor der Sperrstunde. Jill, rief ich, sobald sie durch die Tür trat, was hast du dir dabei gedacht? Sie warf ihre Bücher weg und drehte sich zu mir um. Ich hatte das Gefühl, nicht die Einzige zu sein, die heute eine Ansprache vorbereitet hatte. Ich habe mir gedacht, dass ich es satt hatte, immer zu anhören zu müssen, wie Laurel und ihre Freunde über mich sprechen. Also hast du ihre Dusche gefrieren lassen? fragte ich. Und? Wird sie das in Zukunft an ihren Stänkereien hindern? Mit Ruhm hast du dich dadurch bestimmt nicht bekleckert. Jill zuckte die Achseln. Anschließend habe ich mich besser gefühlt. Eine bessere Ausrede hast du nicht zu bieten? Ich konnte es kaum glauben. Jill hatte immer so einen vernünftigen Eindruck gemacht. Sie hatte es mit klarem Kopf überlebt, Prinzessin zu werden und zu sterben. Solche Sachen wie diese jetzt würden ihr das Genick brechen. Weißt du eigentlich, was du riskiert hast? Wir versuchen keine Aufmerksamkeit zu erregen. Miss Carson fand es nicht so merkwürdig. Miss Carson hat sich eine dürftige Ausrede einfallen lassen, um sich selbst zu beruhigen. Das tun die Leute nun mal. Es braucht bloß ein Hausmeister der Sache nachzugehen und zu sagen, dass Rohre nicht so plötzlich einfrieren. Es recht nicht in Palm Springs. Na und? fragte Jill scharf. Was dann? Werden sie dann als nächstes Vampirmagie vermuten? Natürlich nicht, antwortete ich. Aber die Leute werden reden. Du hast dich verdächtig gemacht. Sie musterte mich eindringlich. Ist es wirklich das, was dich so aufregt? Oder geht es darum, dass ich überhaupt Magie benutzt habe? Ist das nicht das gleiche? Nein. Ich meine, du regst dich auf, dass ich Magie benutzt habe, weil dir Magie nicht gefällt. Dir gefällt nichts, was mit Vampiren zu tun hat. Ich glaube, das ist etwas Persönliches. Ich weiß doch, was du von uns hältst. Ich stöhnte. Chill, ich mag dich wirklich. Du hast recht, dass Magie mich etwas beklommen macht. Okay, sehr beklommen. Aber nicht meine persönlichen Gefühle werden die Leute dazu veranlassen, sich zu fragen, wie um alles in der Welt dieses Wasser auf solche Weise gefroren ist. Sie darf so nicht weitermachen. Das ist nicht richtig. Ich weiß, aber du musst besser sein als sie. Jill setzte sich aufs Bett und seufzte ebenfalls. Genauso löste sich ihr Zorn anscheinend in Verzweiflung auf. Ich finde es hier scheußlich. Ich will zurück an die St. Wladimir oder an den Hof oder nach Michigan. Alles ist mir egal, ich will nur nicht hier sein. Sie sah mich flehend an. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten, wann ich zurück kann? Nein, antwortete ich. Es widerstrebte mir, ihr zu sagen, dass es vielleicht noch eine Weile dauern würde. Alle amüsieren sich hier blendend. Erwiderte sie. Die gefällt es auch. Du hast kiloweise Freunde. Ich habe nicht. Eddie gefällt es. Er hat Maika und andere Jungen aus dem Wohnheim, mit denen er rumhängt. Außerdem hat er mich, um die er sich kümmern kann, was ihm eine Aufgabe gibt. Ich hatte es nie so betrachtet, aber jetzt begriff ich, dass sie recht hatte. Aber ich, was hab ich denn schon? Nichts außer diesem blöden Band, das mich nur noch depressiver macht, weil ich ständig zuhören muss, wie sich Adrian im Selbstmitleid suhlt. Ich gehe morgen mit Adrian auf Jobsuche, sagte ich, wobei ich mir nicht sicher war, ob das wirklich helfen würde. Jill nickte trostlos. Ich weiß. Sein Leben wird jetzt wahrscheinlich auch großartig werden. Allmählich versank sie in Melodramatik und ihrem eigenen Selbstmitleid. Aber im Lichte all dessen, was sie aufgezählt hatte, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass sie im Augenblick auch ein Anrecht darauf hatte. Du hast Lee, meinte ich. Diese Worte holten ein Lächeln auf ihr Gesicht. Ich weiß, er ist großartig. Ich mag ihn auch sehr, und ich kann nicht glauben. Ich meine, es kommt mir einfach verrückt vor, dass er mich auch mag. Das ist nicht so verrückt. Ihre Munterkeit erlosch. Hast du gewusst, dass Lee mir erzählt hat, ich könne seiner Meinung nach Model werden? Er sagt, ich hätte die Figur, die menschliche Modeschöpfer wirklich mögen, und er kennt diesen Modetypen im Stadtzentrum, der ständig Models sucht. Aber als ich es Eddie erzählt habe, sagte er, das sei eine schlechte Idee, weil ich es nicht riskieren könne, mich fotografieren zu lassen. Er hat gesagt, wenn es durchsickere, können andere mich finden. Das stimmt, entgegnete ich, in allen Punkten. Du hast eine Modelfigur, aber es wäre zu gefährlich. Sie seufzte mutlos. Siehst du, bei mir läuft gar nichts. Es tut mir leid, Jill, wirklich. Ich weiß, dass es hart ist. Ich kann dich nur darum bitten, weiterhin stark zu bleiben. Du hast dich bisher wirklich tapfer geschlagen. Halt noch ein Weilchen länger durch, okay? Denk einfach weiter an Lee. Meine Worte klangen hohl, selbst in meinen eigenen Ohren. Ich fragte mich beinahe, ob ich sie zur Jobsuche für Adrian mitnehmen solle, entschied mich aber schließlich dagegen. Ich glaubte nicht, dass Adrian irgendwelche Ablenkung benötigte. Außerdem wusste ich nicht so recht, ob es wirklich interessant für sie gewesen wäre. Sollte sie wirklich so erpricht darauf sein, Adrian bei seinen Vorstellungsgesprächen zu beobachten, so konnte sie durch das Band lauschen. Am nächsten Tag traf ich mich mit Adrian nach der Schule und zum ersten Mal seit einer Ewigkeit waren weder Lee noch Keith in der Nähe des alten Hauses. Clarence war jedoch anwesend. Er rannte mich praktisch über den Haufen, als ich eintrat. Haben Sie schon gehört? fragte er sofort. Haben Sie von diesem armen Mädchen gehört? Von welchen Mädchen? fragte ich zurück. Das Mädchen, das vor zwei Wochen in Los Angeles getötet wurde. Oh, ja, antwortete ich, erleichtert darüber, dass es keinen neuen Todesfall gegeben hatte. Es war tragisch. Wir können uns glücklich schätzen, dass es hier keine Strigo gibt. Er warf mir einen überraschend wissenden Blick zu. Es waren keine Strigoi. Haben Sie denn nicht zugehört? Es waren Sie, die Vampirjäger. Aber sie haben ihr Blut getrunken, Sir. Hatten Sie nicht gesagt, Vampirjäger seien Menschen? Kein Mensch hätte Grund gehabt, Maura Blut zu trinken. Er wandte sich von mir ab und ging im Wohnzimmer auf und ab. Ich schaute mich um und fragte mich, wo Adrian steckte. Das sagen alle immer wieder erwiderte Clarence, als ob ich das nicht bereits wüsste. Ich kann nicht erklären, warum sie tun, was sie tun. Das ist ein seltsamer Haufen. Sie beten die Sonne an und haben merkwürdige Glaubensvorstellungen über das Böse und über Ehre. Die sind sogar noch ungewöhnlicher als ihre Glaubensvorstellungen. Also das war immerhin etwas. Zumindest wusste er, dass ich ein Mensch war. Etwas, bei dem ich nicht so sicher gewesen war. Sie haben außerdem seltsame Ansichten darüber, welche Vampire sterben sollten. Sie töten alles Drygoy ohne Fragen zu stellen. Bei Mora und Vampiren sind sie wählerischer. Sie wissen aber eine Menge über sie, meinte ich. Ich habe es mir seit Tamara zur Aufgabe gemacht. Er seufzte und wirkte plötzlich sehr, sehr alt. Zumindest glaubt mir keiths." Ich behielt eine ausdruckslose Miene bei. Oh? Clarence nickte. Er ist ein guter junger Mann. Sie sollten ihm eine Chance geben. Meine Selbstbeherrschung entglitt mir, und ich wusste, dass ich die Stirn finster runzelte. Ich werde es versuchen, Sir. Da trat zu meiner großen Erleichterung Adrian ein. Es war schon verrückt genug, mit Clarence allein zu sein, ohne dass er Keith Danell auch noch rühmte. Bist du soweit? fragte ich. Darauf kannst du Gift nehmen, antwortete Adrian. Ich kann es gar nicht erwarten, ein produktives Mitglied der Gesellschaft zu werden. Ich unterzog seine Kleidung einer Musterung und musste mir jegliche Bemerkungen verkneifen. Sie sah gut aus, aber natürlich war das immer so. Jill hatte behauptet, ich trüge teure Kleidung, aber Adrians stellte sie weit in den Schatten. Heute hatte er schwarze Jeans und ein burgunderrotes Hemd angezogen. Der Stoff sah aus, als handle es sich um eine Seidenmischung, und er trug es lose und offen. Sein Haar war so sorgfältig zu einem Look frisiert worden, als habe er sich gerade aus dem Bett gewälzt. Wirklich ein Jammer, dass er nicht mein Haar hatte. Mein Haar hat das nämlich ohne, dass man es irgendwie frisieren musste. Ich musste zugeben, er sah großartig aus. Aber nicht so, als ginge es zu einem Vorstellungsgespräch, sondern als sei er auf dem Weg in einen Club. Das weckte zwiespältige Gefühle in mir. Ich ertappte mich dabei, dass ich ihn trotz allem bewunderte, und fühlte mich wieder einmal an diesen Eindruck erinnert, den er manchmal in mir erweckte, als sei er eine Art Kunstwerk. Was etwas beunruhigend war, vor allem da ich mir immer wieder sagen musste, dass Vampire nicht auf die gleiche Weise attraktiv waren wie Menschen. Zum Glück gewann der praktische Teil in mir bald die Oberhand, und tadelte mich, dass es nicht darum gehe, ob er gut aussah oder nicht. Es zählte allein, dass er zu Vorstellungsgesprächen nicht passte. Aber das hätte mich nicht überraschen sollen. Schließlich war er Adrian Iwaschkow. Also, was steht auf dem Plan? fragte er mich, sobald wir unterwegs waren. Ich finde wirklich, dass Vorsitzender Iwaschkow sehr hübsch klingt. Auf dem Rücksitz liegt ein Aktenordner mit deiner Reiseroute, Herr Vorsitzender. Adrian drehte sich um und griff danach. Nachdem er ihn schnell überflogen hatte, erklärte er, Du bekommst Punkte für Vielfalt, Sage. Aber ich glaube nicht, dass mir auch nur einer von diesen Jobs den Lebensstil ermöglichen wird, an dem ich gewöhnt bin. Dein Lebenslauf steckt ganz hinten. Ich habe mein Bestes getan, aber wir operieren hier innerhalb eingeschränkter Parameter. Er blätterte in den Papieren und fand ihn. Wow. Ich war Lernhelfer an St. Vladimir? Ich zuckte die Achseln. Von allem, was du je getan hast, kommt das einem Job am nächsten. Und Lissa war meine Supervisorin, hm? Hoffentlich gibt sie mir gute Referenzen. Als Was Lissa und Rose noch die Schule besucht hatten, hatte Adrian dort gelebt, um mit Was Lissa daran gearbeitet, mehr über Geist zu lernen. Lernhelfer war zwar eine ziemlich weit hergeholte Beschreibung, aber es klang so, als sei er zu Multitasking fähig und tauche zur Arbeit auch wirklich rechtzeitig auf. Er klappte den Ordner zu, lehnte sich in seinen Sitz zurück und schloss die Augen. Wie geht es dem Küken? Bei unserer letzten Begegnung wirkte sie irgendwie niedergeschmettert. Ich zog es in Erwägung zu lügen, überlegte aber, dass er die Wahrheit am Ende wahrscheinlich ohnehin erfahren würde entweder direkt von ihr oder durch seine eigenen Schlussfolgerungen. Adrians Urteilsvermögen mochte fragwürdig sein, aber ich hatte herausgefunden, dass er sich meisterhaft darauf verstand, Leute zu durchschauen. Eddie behauptete, es liege daran, dass er ein Geistbenutzer war, und er hatte etwas von Auren erwähnt, wobei ich mir nicht ganz sicher war, ob ich daran glaubte. Die Alchemisten hatten keine handfesten Beweise für deren Existenz. Nicht gut, antwortete ich, und erstattete ihm einen vollen Bericht, während wir weiterfuhren. Diese Sache mit der Dusche war zum Schreien komisch, bemerkte er, als ich zum Ende gekommen war. Es war verantwortungslos. Warum sieht das niemand ein? Aber dieses Missstück hat es verdient. Ich seufzte. Habt ihr ganz vergessen, warum ihr hier seid? Ausgerechnet du. Du hast Jill doch sterben sehen. Begreifst du nicht, wie wichtig es für sie ist, sich absolut bedeckt zu halten? Adrian schwieg, mehrere Sekunden lang, und als ich zu ihm hinüberschaute, zeigte sein Gesicht einen untypischen Ernst. Ich weiß. Aber ich will auch nicht, dass sie sich elend fühlt. Sie. sie verdient das nicht. Nicht so wie wir anderen. Meiner Ansicht nach verdienen wir es auch nicht. Du vielleicht nicht, gab er mit einem kleinen Lächeln zurück. Du mit deinem sauberen Lebensstil und so. Ich weiß nicht. Jill ist einfach so. Unschuldig. Das ist übrigens der Grund, warum ich sie gerettet habe. Ich meine, ein Teil des Grundes. Ich schauderte. Als sie gestorben ist? Er nickte mit einem besorgten Ausdruck in den Augen. Als ich sie dort sah, blutüberströmt und reglos. Ich habe gar nicht über die Konsequenzen meiner Tat nachgedacht. Ich wusste einfach, dass ich sie retten musste. Sie musste leben. Ich habe gehandelt, ohne Fragen zu stellen und nicht einmal mit Bestimmtheit gewusst, ob ich es tun konnte. Es ermutig von dir. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß allerdings, dass sie viel durchgemacht hat. Ich will nicht, dass sie noch mehr durchmachen muss. Ich auch nicht. Seine Sorge rührte mich. Er überraschte mich immer wieder auf seltsame Art und Weise. Manchmal war es schwer, sich vorzustellen, dass Adrian überhaupt an etwas Anteil nahm, aber wenn er von Jill sprach, trat eine sanftere Seite von ihm zutage. Ich werde tun, was ich kann. Ich weiß, ich sollte mehr mit ihr reden, ihr eine bessere Freundin sein oder sogar eine bessere, unechte Schwester. Es ist nur. Er musterte mich. Ist es wirklich so schrecklich, mit uns zusammen zu sein? Ich errötete. Nein, sagte ich. Aber es ist schon kompliziert. Man hat mich mein Leben lang bestimmte Dinge gelehrt. Das lässt sich schwer abschütteln. Die größten Veränderungen in der Geschichte hatten ihre Ursache darin, dass Leute abschütteln könnten, was andere ihnen zu tun befohlen hatten. Er warnte den Blick von mir ab und sah aus dem Fenster. Diese Bemerkung ärgerte mich. Sie klang natürlich gut. So was sagten die Leute ständig, ohne die Konsequenzen auch wirklich zu verstehen. Sei du selbst, kämpfe gegen das System. Aber Leute, die das sagten, Leute wie Adrian, hatten nicht mein Leben gelebt. Sie waren nicht in einem so starren Glaubenssystem aufgewachsen, dass man sich wie in einem Gefängnis fühlte. Man hatte sie nicht gezwungen, die Fähigkeit aufzugeben, eigenständig zu denken oder eigene Entscheidungen zu treffen. Seine Worte ärgerten mich nicht nur, begriff ich, sie machten mich wütend, sie machten mich eifersüchtig. Ich lachte spöttisch und gab eine Bemerkung ab, die seiner würdig gewesen wäre. Sollte ich deinem Lebenslauf noch die Tätigkeit als Motivationstrainer hinzufügen? Wenn die Bezahlung stimmt, bin ich dabei. Oh. Er richtete sich auf. Ich konnte ihn endlich unterbringen, diesen Maika, um den du dir solche Sorgen machst. Ihn unterbringen? Ja. Warum er mir so bekannt vorkommt. Maika hat große Ähnlichkeit mit Mason Ashford. Mit wem? Einem Dampier, der die St. Vladimir besucht hat. Er ist eine Weile mit Rose gegangen. Adrian lachte auf und lehnte die Wange an die Glasscheibe. Also insofern überhaupt jemals irgendwer mit ihr gegangen ist. Sie war verrückt nach Belikow schon damals, genauso wie sie es war, als sie mit mir zusammen war. Keine Ahnung, ob Ashford es jemals wusste oder ob sie ihn die ganze Zeit übertäuschen konnte. Ich hoffe es, armer Hund. Ich runzelte die Stirn. Warum? Er ist gestorben. Naja, ich sollte wohl eher sagen, er wurde getötet. Wusstest du das nicht? Im vergangenen Jahr ist ein ganzer Haufen von den Strigo gefangen genommen worden. Rose und Kester konnten entkommen, Ashford nicht. Nein, erwiderte ich und nahm mir im Geiste vor, der Sache nachzugehen. Das habe ich nicht gewusst. Eddie war auch dabei. Ja, yep, zumindest körperlich. Die Strigoi haben immer wieder von ihm getrunken. Also war er die meiste Zeit nutzlos. Du möchtest über emotionalen Schaden reden? Da brauchst du nicht länger zu suchen. Armer Eddie, erwiderte ich. Plötzlich ergab im Hinblick auf den Dampier so einiges einen Sinn. Wir erreichten die erste Adresse, eine Anwaltskanzlei, die eine Büroassistenz suchte. Der Titel klang glamouröser als die Tätigkeit wirklich war, und Adrian würde wahrscheinlich viele ähnliche Aufträge erfüllen müssen, wie Mr. Williger sie mir und Trey erteilte. Aber von den drei Stellen, die ich gefunden hatte, hatte diese hier auch das größte Potenzial für ein künftiges Vorankommen. Die Kanzlei florierte offensichtlich, nach der Lobby zu urteilen, in der wir warteten. Orchideen wuchsen in riesigen, gut platzierten Vasen, und in der Mitte des Raums befand sich sogar ein Springbrunnen. Drei weitere Personen warteten dort mit uns. Eine sehr gut gekleidete Frau in den Vierzigern zum Beispiel. Ihr gegenüber saß ein Mann, der etwa im gleichen Alter war, neben einer viel jüngeren Frau, Deren tief ausgeschnittene Bluse an der Emberwood zu einem Hinauswurf geführt hätte. Jedes Mal, wenn mein Blick auf sie fiel, wollte ich ihr Dekolleté mit einer Strickjacke bedecken. Die drei kannten einander jedoch offensichtlich, weil sie immer wieder Blickkontakt herstellten und einander anfunkelten. Adrian musterte sie der Reihe nach und drehte sich dann zu mir um. Diese Anwaltskanzlei, sagte er mit leiser Stimme, sie ist doch auf Scheidung spezialisiert, nicht wahr? Ja bestätigte ich. Er nickte und nahm sich einige Sekunden Zeit, um die Information zu verdauen. Dann beugte er sich zu meinem Entsetzen über mich hinweg und sagte zu der älteren Frau, er muss ein Dummkopf gewesen sein. Sie sind eine umwerfende Frau. Großartig. Warten Sie es nur ab. Es wird ihm noch leid tun. Adrian, rief ich. Die Frau zuckte überrascht zusammen, wirkte aber nicht sehr gekränkt. In der Zwischenzeit richtete sich auf der anderen Seite des Raums die jüngere Frau auf, die sich zuvor an den Mann geschmiegt hatte. Wie bitte? fragte sie scharf. Was soll das heißen? Ich wünschte, die Erde möge mich verschlucken und mich retten. Glücklicherweise geschah das Zweitbeste, denn die Empfangsdame rief die drei zu einem Gespräch mit einem Anwalt auf. Also, sagte ich, als sie gegangen waren, musstest du das sagen? Ich sage, was ich denke, Sage. Hältst du nichts davon, die Wahrheit zu sagen? Ja, doch, natürlich. Aber alles zur richtigen Zeit und am richtigen Ort. Nicht bei wildfremden Leuten, die sich offensichtlich in einer üblen Situation befinden. Na, und wenn schon? meinte er und wirkte extrem selbstzufrieden. Ich habe dieser Dame wenigstens den Tag gerettet. Genau in diesem Moment kam aus einem inneren Büro eine Frau in einem schwarzen Kostüm auf sehr hohen Absätzen heraus. Ich bin Janet McCade, die Büroleiterin, stellte sie sich vor. Unsicher sah sie zwischen uns beiden hin und her und entschied sich dann für mich. Sie müssen Adrian sein. Der Namensirrtum war verständlich, aber die Verwechslung bedeutete nichts Gutes für ihn. Ich hatte seine Clubkleidung richtig eingeschätzt. Mein brauner Rock und die elfenbeinfarbene Bluse schienen für ein Vorstellungsgespräch passender zu sein. Das ist Adrian, sagte ich und zeigte auf ihn. Ich bin nur seine Schwester zur moralischen Unterstützung hier. Sehr freundlich von Ihnen, sagte Janet leicht perplex. Nun wollen wir uns dann miteinander unterhalten, Adrian? Darauf können Sie wetten, erwiderte er und erhob sich. Er machte Anstalten, ihr zu folgen, und ich sprang auf. Adrian, flüsterte ich und hielt ihn am Ärmel fest. Du willst die Wahrheit sagen? Tu's da drin. Schmücke nichts aus und stell keine verrückten Behauptungen auf, wie zum Beispiel, dass du Bezirksstaatsanwalt bist. Kapiert, sagte er, wird sofort umgesetzt. Im Blick auf das Sofort hatte er recht. Fünf Minuten später tauchte er schon wieder auf. Ich nehme nicht an, bemerkte ich, sobald wir im Wagen saßen, dass sie dir den Job allein aufgrund deines Aussehens gegeben hat. Adrian hatte ins Leere gestarrt. Jetzt schenkte er mir jedoch ein breites Lächeln. »Na, na, Sage, du Süßholzrasplerin!« »Das habe ich nicht gemeint. Was ist passiert?« Er zuckte die Achseln. »Ich habe die Wahrheit gesagt.« »Agen!« hey, »Ich meine es er ernst. Sie hat mich gefragt, was meine größte Stärke sei. Ich habe gesagt, mit Leuten zurechtzukommen.« »Das ist nicht schlecht,« gab ich zu. »Dann hat sie mich nach meiner größten Schwäche gefragt, und ich habe erwidert, wo soll ich anfangen?« Adrian. Hör auf damit, meinen Namen so auszusprechen. Ich habe ihr die Wahrheit gesagt. Als ich beim vierten Punkt angekommen bin, hat sie mir erklärt, ich könne gehen. Ich stöhnte und widerstand dem Drang, mit dem Kopf aufs Lenkrad zu schlagen. Ich hätte dich vorbereiten sollen. Das ist eine Standardfangfrage. Du solltest sowas antworten wie, ich nehme mir meine Arbeit zu sehr zu Herzen oder ich bin ein Perfektionist. Er schnaubte und verschränkte die Arme vor der Brust. Das ist doch völliger Schwachsinn. Wer würde sowas sagen? Leute, die Jobs kriegen. Da wir jetzt zusätzlich Zeit hatten, tat ich mein Bestes, ihn für das nächste Vorstellungsgespräch mit Antworten auszustatten. Tatsächlich hatte er ein Gespräch bei Spencers. Vorher hatte ich nämlich Trey dazu gebracht, an einigen Fäden zu ziehen. Während Adrian hinten mit jemanden redete, suchte ich mir einen Tisch und bestellte einen Kaffee. Nach etwa fünfzehn Minuten kam Trey zu mir. Ist das wirklich dein Bruder? fragte er. Ja, antwortete ich und hoffte, überzeugend zu klingen. Als du gesagt hast, er suche nach einem Job, habe ich mir eine männliche Version von dir vorgestellt. Ich habe geglaubt, er wollte die Tassen nach der Bestellung markieren. Worauf willst du hinaus? fragte ich. Trey schüttelte den Kopf. Ich will darauf hinaus, dass du besser nach weiteren Stellen Ausschau halten solltest. Ich war gerade hinten und habe ihn mit meiner Chefin reden hören. Sie hat ihm von Abwasch erzählt, den er jeden Abend erledigen müsse. Darauf hat er etwas über seine Hände und körperliche Arbeit erzählt. Ich war nicht der Typ, der fluchte, aber in diesem Moment wünschte ich, ich wäre es gewesen. Das letzte Vorstellungsgespräch fand in einer trendigen Bar in der Innenstadt statt. Ich war davon ausgegangen, dass Adrian wahrscheinlich jeden Drink auf der Welt kannte, und hatte für den Lebenslauf eine falsche Qualifikation aufgeführt und behauptet, er habe einen Kurs als Barkeeper absolviert. Diesmal blieb ich im Wagen und schickte ihn allein hinein, weil ich dachte, dass er hier die besten Chancen haben würde. Zumindest würde sein Äußeres passen. Als er zehn Minuten später herauskam, war ich entsetzt. Was denn? fragte ich. Wie konntest du dieses Vorstellungsgespräch vermasseln? Als ich reinkam, sagte man mir, der Chef sei am Telefon und werde einige Minuten brauchen. Also habe ich mich hingesetzt und mir einen Drink bestellt. Diesmal legte ich die Stirn tatsächlich aufs Steuerrad. Was hast du bestellt? Ein Martini. Ein Martini. Ich hob den Kopf. Du hast vor einem Vorstellungsgespräch einen Martini bestellt. Es ist eine Bar Sage. Ich habe mir gedacht, die fänden das in Ordnung. Nein, hast du nicht. Rief ich. Die Lautstärke meiner Stimme überraschte uns beide, und er zuckte leicht zusammen. Du bist nicht dumm, auch wenn du dich noch so dumm stellst. Du weißt, dass du das nicht darfst. Du hast es getan, um die zu linken. Du hast es getan, um mich zu linken. Darum ging es bei dieser ganzen Geschichte. Du hast nichts von alledem ernst genommen. Du hast die Zeit dieser Leute und meine Zeit verschwendet, nur weil du nichts besseres zu tun hattest. Das stimmt nicht, sagte er, obwohl er jetzt unsicher klang. Ich will wirklich einen Job. Nur nicht einen von diesen Jobs. Du bist nicht in der Position, wählerisch zu sein. Du willst von Clarence weg? Das wären deine Fahrkarten gewesen. Du hättest jeden dieser Jobs kriegen können, wenn du dir nur etwas Mühe gegeben hättest. Du bist charmant, wenn du es sein willst. Du hättest dir damit einen Job verschaffen können. Ich ließ den Wagen an. Mir reicht's jetzt. Du verstehst nicht sagte er. Ich verstehe, dass du eine harte Zeit durchlebst. Ich verstehe auch, dass du leidest. Ich weigerte mich, ihn anzusehen, und widmete meine ganze Aufmerksamkeit der Straße. Aber das gibt dir nicht das Recht, mit dem Leben anderer Leute herumzuspielen. Versuch zu abwechseln und mal dich um dich selbst zu kümmern. Er gab keine Antwort, bis wir wieder bei Clarence waren, und selbst da wollte ich sie nicht hören. Sage, begann er. Steig aus, verlangte ich. Er zögerte, als wolle er mir vielleicht noch widersprechen, aber schließlich gab er mit einem raschen Nicken doch nach. Er stieg aus dem Wagen und ging aufs Haus zu, wobei er sich eine Zigarette anzündete. Zorn und Enttäuschung loderten in mir. Wie konnte mich eine einzige Person ständig auf eine solche emotionale Achterbahn schicken? Jedes Mal, wenn ich anfing, ihn zu mögen und das Gefühl hatte, wir kämen einander tatsächlich näher, ging er hin und machte so etwas. Ich war so dumm, mir überhaupt jemals freundschaftliche Gefühle ihm gegenüber gestattet zu haben. Hatte ich ihn wirklich noch etwas früher am Tag für ein Kunstwerk gehalten? Eher war er ein harter Brocken Arbeit. Bei meiner Ankunft an der Emberwood war ich noch immer heftig aufgewühlt. Besonders unangenehm fand ich den Gedanken, Jill in unserem Zimmer zu begegnen. Ich hatte keinen Zweifel, dass sie alles wissen werde, was mit Adrian geschehen war. Und ich verspürte keineswegs den Wunsch, mir anzuhören, wie sie ihn verteidigte. Als ich mein Wohnheim betrat, schaffte ich es nicht mal am Empfang vorbei. Mrs. Weathers war in der Lobby, zusammen mit Eddie und einem Sicherheitsangestellten vom Campus. Maika lungerte mit bleichem Gesicht in der Nähe herum. Mir blieb das Herz stehen. Eddie kam auf mich zugerannt. Seine ganze Haltung verströmte Panik. Da bist du ja! Ich konnte weder dich noch Kies erreichen! Mein Telefon war ausgestellt. Ich schaute zu Mrs. Weathers und dem Sicherheitsangestellten hinüber und sah die gleiche Sorge auf ihren Gesichtern. Was ist los? Es geht um Jill, antwortete Eddie grimmig. Sie ist verschwunden. Kapitel 18. Wie meinst du das, verschwunden? fragte ich. Sie sollte sich vor zwei Stunden hier mit uns treffen, erklärte Eddie. Und wechselte einen Blick mit Maika. Ich dachte, sie wäre vielleicht bei dir. Ich habe sie seit dem Sportunterricht nicht mehr gesehen. Ich gab mir alle Mühe, nicht jetzt schon in den Panikmodus zu schalten. Es waren zu viele Variablen im Spiel und es gab nicht genug Beweise, um daran zu denken, verrückte Mora-Dissidenten könnten sie entführt haben. Dies ist wirklich eine große Anlage. Ich meine drei Campusgelände. Bist du sicher, dass sie sich nicht einfach irgendwo verbarrikadiert hat und lernt? Wir haben eine ziemlich ausgedehnte Suche veranstaltet, sagte der Sicherheitsmann. Lehrer und Angestellte halten nach ihr Ausschau. Bisher wurde sie nicht gesichtet. Und sie geht nicht an ihr Handy, fügte Eddie hinzu. Schließlich ließ ich doch zu, dass mich echte Furcht überkam. Und auf meinem Gesicht musste das zu sehen gewesen sein. Der Ausdruck des Mannes wurde weicher. Keine Sorge, sie wird bestimmt wieder auftauchen. Es war eine dieser beschwichtigenden Bemerkungen, die Leute in seinem Beruf zu Angehörigen sagen mussten. Aber haben Sie irgendwelche Ideen, wo sie sein könnte? Was ist mit euren anderen Brüdern? fragte Maika. Ich hatte Angst, dass das zur Sprache käme. Ich war mir fast hundertprozentig sicher, dass sie nicht bei Kies war, aber er sollte wahrscheinlich trotzdem über ihr Verschwinden in Kenntnis gesetzt werden. Es war etwas, worauf ich mich nicht freute, weil ich wusste, dass mich eine Predigt erwartete. Außerdem würde es in den Augen der anderen Alchemisten als ein Zeichen für mein Versagen gewertet werden. Ich hätte an Jills Seite bleiben sollen. Das war mein Job, nicht wahr? Stattdessen hatte ich, dumm wie ich war, jemandem geholfen, etwas zu erledigen. Und zwar nicht irgendwem, sondern einem Vampir. So würden die Alchemisten es sehen. Vampirliebchen. Ich war gerade bei Adrian, erklärte ich langsam. Ich nehme an, sie könnte irgendwie zu Clarence gekommen sein und dort auf ihn gewartet haben. Ich bin nicht mit reingegangen. Bei Adrian habe ich es auch schon versucht, sagte Eddie. Keine Antwort. Tut mir leid, murmelte ich. Wir waren bei seinen Vorstellungsgesprächen, also wird er wahrscheinlich sein Handy ausgeschaltet haben. Willst du es nochmal bei ihm probieren? Ich selbst wollte das ganz sicher nicht tun. Eddie trat beiseite, um Adrian anzurufen, während ich mit Mrs. Weathers und dem Angestellten sprach. Micah ging in der Lobby auf und ab und wirkte besorgt. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich ihn immer von Jill fernhalten wollte. Das Rassending war schon ein Problem, aber ihm lag wirklich an ihr. Ich nannte dem Angestellten alle Orte, die Jill auf dem Campus gern aufsuchte. Sie bestätigten, dass sie alle bereits abgesucht hatten. Hast du ihn erreicht? fragte ich, als Eddie zurückkam. Er nickte. Sie ist nicht da, aber irgendwie fühle ich mich mies. Er macht sich jetzt große Sorgen. Vielleicht hätten wir noch warten sollen, bevor wir es ihm gesagt haben. Nein. Tatsächlich könnte das eine gute Sache sein. Ich sah Eddie in die Augen und erkannte einen Funken des Begreifens. Adrians Gefühle schienen Jill zu erreichen, wenn sie besonders stark waren. Sollte er panisch genug sein, würde sie hoffentlich begreifen, dass sich Leute um sie sorgten, und wieder auftauchen. Wobei das voraussetzte, dass sie sich versteckt hielt und irgendwo hingegangen war, wo wir sie nicht finden konnten. Ich versuchte nicht an die Alternative zu denken, dass ihr irgendwo etwas zugestoßen war, wo sie sich nicht mit uns in Verbindung setzen konnte. Manchmal schleichen Schüler einfach weg, sagte der Angestellte. Das ist unvermeidlich. Im Allgemeinen versuchen Sie vor der Sperrstunde einfach wieder zurückzuschleichen. Hoffentlich ist das jetzt auch der Fall. Wenn Sie bis dahin nicht auftaucht, nun, dann werden wir die Polizei verständigen. Er ging davon, um das restliche Wachpersonal für einen Statuscheck anzufunken, und wir dankten ihm für seine Hilfe. Mrs. Weathers kehrte zum Empfangstresen zurück, aber es war klar, dass sie besorgt und erregt war. Zwar konnte sie sich manchmal schroff geben. Aber ich hatte das Gefühl, dass ihre Schüler ihr tatsächlich am Herzen lagen. Maika ließ uns allein, um nach einigen Freunden zu suchen, die auf dem Campus arbeiteten, und zu hören, ob sie irgendetwas gesehen hatten. Damit blieben nur noch Eddie und ich. Ohne uns miteinander zu beraten, gingen wir zu einigen Stühlen in der Lobby. Wie ich auch, denke ich, wollte er die Tür im Auge behalten, damit er Jill gleich sah, wenn sie wieder auftauchte. Ich hätte sie nicht allein lassen sollen, sagte er. Du musstest sie aber allein lassen, widersprach ich. Du kannst beim Unterricht und auf ihrem Zimmer nicht bei ihr sein. Diese Schule war eine schlechte Idee. Sie ist zu groß, zu schwer zu sichern. Er seufzte. Ich kann's nicht fassen. Nein, es war eine gute Idee. Jill braucht doch wenigstens ein annähernd normales Leben. Du hättest sie irgendwo in ein Zimmer sperren und sie völlig isolieren können. Aber was hätte das genutzt? Sie muss zur Schule gehen und unter Leuten sein. In dieser Hinsicht hat sie aber nicht viel unternommen. Nein, gab ich zu. Sie hat es wirklich schwer. Ich habe die ganze Zeit über gehofft, dass es besser werden würde. Ich wollte nur, dass sie glücklich ist. Ich auch. Ich richtete mich auf, als mir ein erschreckender Gedanke kam. Du denkst doch nicht. Du denkst doch nicht, sie könnte weglaufen und zu ihrer Mom zurückgekehrt sein? Oder an den Hof oder sonst irgendwo hin? Sein Ausdruck wurde noch trostloser. Hoffentlich nicht. Meinst du, dass es so schlimm war? Ich dachte an unseren Streit nach dem Zwischenfall mit der Dusche. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ja. Eddie begrub das Gesicht in den Händen. Ich kann es nicht fassen. Wiederholte er. Ich habe versagt. Wenn es um Jill ging, war Eddie im Allgemeinen voller Grimm und Wut. So am Boden zerstört hatte ich ihn noch nie erlebt. Ich hatte seit unserem Eintreffen in Palm Springs mit der Furcht vor meinem eigenen Versagen gelebt, aber erst jetzt begriff ich, dass für Eddie genauso viel auf dem Spiel stand. Mir fielen Adrians Worte über Eddie und seinen Freund Mason ein, und dass Eddie sich verantwortlich fühlte. Wenn Jill nicht zurückkehrte, Wäre dies dann die Wiederholung einer alten Geschichte? Würde auch sie zu jemanden werden, den er verloren hatte? Ich hatte gedacht, dass diese Mission für ihn vielleicht eine Art Erlösung sein könnte. Stattdessen konnte es wieder ganz genauso kommen, wie es bei Mason gewesen war. Du hast nicht versagt, widersprach ich. Du warst dafür zuständig, sie zu beschützen, und das hast du getan. Schließlich kannst du ihr Glück nicht kontrollieren. Wenn überhaupt, dann trifft mich die Schuld. Ich habe ihr wegen des Zwischenfalls mit der Dusche die Leviten gelesen. Ja, aber ich habe ihre Hoffnungen zunichte gemacht, als ich ihr erklärte, dass die Model-Idee, die Lee hatte, nicht in Frage käme. Aber du hattest doch recht damit. Lee! stieß ich hervor. Das ist es! Dort ist sie! Sie ist mit Lee zusammen, da bin ich mir sicher. Hast du seine Nummer? Eddie stöhnte. Ich bin so ein Idiot gewesen sagte er, nahm sein Handy heraus und suchte nach der Nummer. Daran hätte ich denken sollen. Ich berührte das Kreuz an meinem Hals und sprach ein stummes Gebet, das sich alles leicht aufklären möge. Solange es bedeutete, dass Jill lebte und wohl auf war, konnte ich damit fertig werden, dass sie und Lee durchgebrannt waren. Hey, Lee, ich bin's Eddie. Ist Jill bei dir? Es folgte eine Pause. Dann antwortete Lee. Eddys Körpersprache beantwortete die Frage, bevor ich ein weiteres Wort hörte. Seine Haltung entspannte sich und Erleichterung überflutete seine Züge. Okay, sagte er kurz darauf. Nun, dann bringen Sie bitte wieder hierher, sofort. Alle suchen Sie. Eine weitere Pause. Eddys Ausdruck verhärtete sich. Darüber können wir später reden. Er legte auf und drehte sich zu mir um. Es geht ihr gut. Gott sei Dank, hauchte ich. Ich stand auf und begriff erst jetzt, wie angespannt ich gewesen war. Ich bin gleich zurück. Ich ging zu Mrs. Weathers und dem Wachmann und erbrachte ihnen die Neuigkeit. Der Sicherheitsmann gab die Nachricht sofort an seine Kollegen weiter und verschwand bald. Zu meiner Überraschung sah Mrs. Weathers so aus, als sei sie den Tränen nahe. Alles in Ordnung mit ihnen? fragte ich. Ja, ja. Sie wurde hektisch. Es war ihr peinlich, dass sie so emotional reagiert hatte. Ich habe mir einfach solche Sorgen gemacht. Ich ich, ich wollte nichts sagen und sie alle erschrecken, aber immer, immer, wenn ein Schüler verschwindet. Naja, vor einigen Jahren ist ein anderes Mädchen verschwunden. Wir dachten damals, sie hätte sich einfach davongeschlichen. Wie Matt gesagt hat, so etwas kommt vor. Aber es stellte sich heraus. Mrs. Weathers verzog das Gesicht und wandte den Blick ab. Ich sollte Ihnen das nicht erzählen. Als hätte sie nach einer solchen Einleitung noch aufhören können. Nein, bitte, erzählen Sie es mir. Sie seufzte. Die Polizei hat sie einige Tage später gefunden. Tot. Sie war entführt und ermordet worden. Es war schrecklich, und Sie haben Ihre Mörder nie gefunden. Jetzt denke ich einfach immer daran, wenn jemand verschwindet. Es ist natürlich nie wieder vorgekommen, aber so etwas macht einem Angst. Ich konnte es mir vorstellen. Und als ich zu Eddie zurückkehrte, dachte ich wieder an ihn und Mason. Es schien, als trüge jeder seinen eigenen Packen mit vergangenen Ereignissen. Ich tat es gewiss. Da wir uns jetzt keine Sorge mehr um Jills Sicherheit zu machen brauchten, dachte ich nur Was werden die Alchemisten sagen? Was wird mein Vater sagen? Eddie beendete gerade wieder ein Telefongespräch, als ich näher zu ihm hintrat. Ich habe Maika angerufen und ihm mitgeteilt, dass alles in Ordnung ist, erklärte er. Er hat sich große Sorgen gemacht. Alle Anzeichen von Mrs. Weathers vergangenem Trauma verschwanden in dem Moment, als Jill und Lee durch die Tür kamen. Jill wirkte tatsächlich aufgekratzt, bis sie unser aller Gesichter sah. Sie blieb stehen. Lee machte neben ihr bereits ein grimmiges Gesicht. Er wusste wohl, was nun kommen musste. Eddie und ich eilten auf sie zu, hatten aber keine Chance, sofort zu sprechen. Mrs. Weathers verlangte unverzüglich zu erfahren, wo sie gewesen waren. Statt die Sache zu vertuschen, gestand Jill die Wahrheit ein. Sie und Lee hatten den Campus verlassen und waren nach Palm Springs gefahren. Sie achtete darauf, es so darzustellen, dass Lee nicht der Entführung beschuldigt wurde und schwor, dass er nicht hatte wissen können, dass sie nur mit Familienmitgliedern die Schule verlassen durfte. Ich bestätigte das, obwohl Lee damit meiner Meinung nach kaum vom Haken war. Würden Sie bitte draußen warten? fragte ich höflich. Ich möchte gern später noch mit Ihnen unter vier Augen sprechen. Lee gehorchte und warf Jill dabei einen entschuldigenden Blick zu. Zum Abschied streifte er kurz ihre Hand und wandte sich dann ab. Es war Mrs. Weathers, die ihn aufhielt. Warten Sie, sagte sie und musterte ihn neugierig. Kenne ich Sie? Lee wirkte verblüfft. Äh, das glaube ich nicht. Ich war noch nie zuvor hier. »Irgendetwas an ihnen kommt mir aber bekannt vor«, beharrte sie. Die Falte zwischen ihren Brauen vertiefte sich. Schließlich zuckte sie die Achseln. »Es kann nicht sein. Ich muss mich irren.« Lee nickte, sah Jill noch einmal mitfühlend in die Augen und ging. »Mrs. Weathers war mit Jill noch nicht fertig. Sie hielt ihr eine Predigt darüber, wie gefährlich Jills Tun war und wie verantwortungslos sie gewesen waren.« wenn Sie schon vorhatten, sich wegzuschleichen und Regeln zu missachten, dann hätten Sie sich doch zumindest Ihren Geschwistern anvertrauen können. Sie litten Todesängste um Sie. Er war fast komisch, Ihr Ratschlag, die Regeln verantwortungsvoll zu missachten. Wenn man jedoch bedachte, wie panisch ich gewesen war, konnte ich in diesem Augenblick nichts Erheiterndes daran finden. Sie erklärte Jill auch, dass sie einen Eintrag bekäme und bestraft werden würde. Für den Augenblick, fuhr Mrs. Weathers fort, werden Sie den Rest des Abends auf Ihrem Zimmer bleiben? Kommen Sie nach dem Frühstück zu mir und dann werden wir sehen, ob der Direktor der Ansicht ist, dass diese Sache einen Schulverweis rechtfertigt. Entschuldigen Sie bitte, mischte sich Eddie ein. Dürfen wir ein paar Minuten allein mit ihr reden, bevor sie nach oben geht? Ich würde gern mit ihr sprechen. Mrs. Weathers zögerte. Anscheinend wollte sie, dass Jills Bestrafung sofort in Kraft trat. Dann sah sie ihn ein zweites Mal an. Sein Gesicht war hart und wütend, und ich glaubte, Mrs. Weathers wusste, dass von Jills großem Bruder eine Strafe anderer Art kommen würde. Fünf Minuten, sagte sie und klopfte auf ihre Armbanduhr. Dann gehen sie nach oben. Tu das nicht, murmelte Jill, sobald wir allein waren. Auf ihrem Gesicht lag eine Mischung aus Furcht und Trotz. Was ich getan habe, war falsch, das weiß ich. Ich brauche keine Strafpredigt von euch beiden. Wirklich nicht? fragte ich. Denn wenn du gewusst hättest, dass es falsch war, hättest du es nicht getan. Jill verschränkte die Arme vor der Brust. Ich musste hier raus, zu meinen eigenen Bedingungen, und nicht mit euch beiden. Diese Bemerkung prallte von mir ab. Sie klang jung und trotzig, aber zu meiner Überraschung wirkte Eddie tatsächlich gekränkt. Was soll das nun wieder heißen? fragte er. Es heißt, dass ich einfach von dieser Schule weg wollte, ohne dass du mir immer sagst, dass ich alles falsch mache. Das galt mir. Und du stürzt dich gleich auf jeden Schatten. Das galt natürlich Eddie. Ich will dich nur beschützen, erwiderte er gekränkt. Ich versuche nicht dich zu erdrücken, aber ich darf nicht zulassen, dass dir etwas passiert. Nicht schon wieder. Mir droht von Laurel mehr Gefahr, als von irgendwelchen Attentätern, rief Jill. Weißt du, was sie heute getan hat? Wir haben im Computerraum gearbeitet und sie ist versehentlich über mein Kabel gestolpert. Ich habe also die Hälfte meiner Arbeit verloren und bin nicht rechtzeitig fertig geworden. Also bekomme ich jetzt eine schlechtere Zensur. Eine Lektion über Backups wäre in diesem Moment wahrscheinlich nicht besonders nützlich gewesen. Hör mal, das ist wirklich furchtbar, sagte ich. Aber es fällt nicht in dieselbe Kategorie wie getötet zu werden. Das ist ein himmelweiter Unterschied. »Wo genau bist du gewesen?« Ein Moment lang machte sie ein Gesicht, als würde sie keine Antwort geben. Schließlich erwiderte sie, »Lee hat mich zum Salton gebracht.« Angesichts unserer verständnislosen Mien fügte sie hinzu, »Das ist ein See außerhalb der Stadt. Es war wunderschön.« Ein beinahe träumerischer Ausdruck legte sich über ihre Züge. »Ich war so lange nicht mehr in der Nähe von so viel Wasser.« dann sind wir in die Innenstadt gegangen und einfach herumspaziert, haben eingekauft und Eis gegessen. Er hat mich in diese Boutique gebracht, zu der Designerin, die Model sucht und, Jill, unterbrach ich. Es ist mir egal, wie toll dein Tag war. Du hast uns Angst gemacht, kapierst du das nicht? Lee hätte das nicht tun sollen, knurrte Eddie. Mach ihm keine Vorwürfe, gab Jill zurück. Ich habe ihn dazu überredet. Ich habe ihn im Glauben gelassen, ihr hättet nichts dagegen, und er kennt doch den wahren Grund gar nicht, warum ich hier bin oder dass mir Gefahr droht. Vielleicht war es eine schlechte Idee, mit ihm auszugehen, murmelte ich. Lee ist das Beste, das mir je passiert ist, gab sie wütend zurück. Ich verdiene es genauso wie ihr beide auszugehen und Spaß zu haben. Spaß? Das ist irgendwie eine Übertreibung, sagte ich und dachte an meinen Nachmittag mit Adrian. Jill brauchte eine Zielscheibe für ihre Enttäuschung, und diese Ehre wurde mir zuteil. So kommt es mir aber nicht vor. Du bist ständig weg, und wenn du es nicht bist, sagst du mir immer, was ich falsch mache, als wärest du meine Mam. Ich hatte diese Angelegenheit bisher ruhig gehandhabt, aber bei dieser Bemerkung zerriss plötzlich etwas in mir. Ich verlor meine sorgfältig aufgebaute Selbstbeherrschung. Weißt du was? Mir geht es ja irgendwie genauso denn soweit ich erkennen kann, bin ich die Einzige von uns, die sich wie eine Erwachsene verhält. Du glaubst, ich hätte meinen Spaß da draußen? Ich tue nichts anderes, als auf euch aufzupassen und eure Schweinereien hinter euch zu beseitigen. Ich habe meinen Nachmittag damit verbracht, meinen Nachmittag damit verschwendet, Adrian herumzukutschieren, nur damit er die Vorstellungsgespräche vermasseln konnte, die ich arrangiert habe. Dann komme ich ihr her, um mich mit den Konsequenzen deiner Exkursion abzugeben. Ich habe kapiert, dass Laurel ein Luder ist. Obwohl es zu diesem Problem mit ihr wahrscheinlich nicht gekommen wäre, wenn Maika von Anfang an eine klare Absage bekommen hätte. Die letzte Bemerkung richtete ich an Eddie. Ich begreife nicht, warum ich die Einzige bin, die erkennt, wie ernst das alles ist. Dates zwischen Vampiren und Menschen. Dein Leben, das auf dem Spiel steht. Mit sowas macht man nicht herum. Und trotzdem. Irgendwie tut ihr alle das immer noch. Ihr überlasst es mir, die schwierigen Sachen zu erledigen, hinter euch herzuräumen. Und die ganze Zeit übersitzen mir Keith und die anderen Alchemisten im Nacken und warten darauf, dass ich es vermassele, weil mir niemand mehr vertraut, seit ich deiner Freundin Rose geholfen habe. Du glaubst also, das ist ein Spaß? Du willst mein Leben leben? Dann bitte sehr! Komm nur her und fang doch zur Abwechslung mal an, Verantwortung zu übernehmen. Ich hatte nicht geschrien. Aber die Lautstärke meiner Stimme war gewiss angeschwollen. Ich hatte meine Ansprache gehalten, praktisch ohne Luft zu holen, und jetzt hielt ich inne, um ein wenig Sauerstoff zu tanken. Eddie und Jill starrten mich mit großen Augen an, als würden sie mich nicht wiedererkennen. Genau in diesem Augenblick kehrte Mrs. Weathers zurück. Das reicht für heute Abend. Du musst jetzt nach oben gehen, erklärte sie Jill. Jill nickte, immer noch ein wenig benommen. Und eilte davon, ohne sich von irgendwem zu verabschieden. Mrs. Weathers begleitete sie zur Treppe und Eddie wandte sich mir zu. Sein Gesicht war blass und ernst. Du hast recht, sagte er. Ich habe meinen Anteil nicht erledigt. Ich seufzte und war plötzlich erschöpft. Du bist nicht so schlimm wie die anderen. Er schüttelte den Kopf. Trotzdem. Hinsichtlich Maika könntest du recht haben. Vielleicht wird er ein wenig auf Abstand gehen, wenn ich mit ihm rede, und dann wird Laurel Jill in Ruhe lassen. Ich werde heute Abend mit ihm sprechen, aber er runzelte die Stirn und wählte seine nächsten Worte sehr bedächtig. Sei nicht zu so hart gegen Adrian und Jill. Die Sache hier ist sehr stressig für sie. Und manchmal glaube ich, dass etwas von Adrians Persönlichkeit durch das Band in sie eindringt. Ich bin mir ganz sicher, dass auch er der Grund ist, warum sie heute weggelaufen ist. Es ist etwas, das er in ihrer Situation täte. Niemand hat sie dazu gezwungen, widersprach ich. Am wenigsten Adrian. Die Tatsache, dass sie Lee überredet und uns nichts erzählt hat, zeigt doch, dass sie wusste, dass es falsch war. Das ist freier Wille. Und Adrian hat solche Ausreden nicht. Ja, aber er ist eben Adrian, sagte Eddie Matt. Manchmal weiß ich nicht, wie viel von dem, was er tut, er ist und wie viel Geist. Geistbenutzer können Antidepressiva nehmen, nicht wahr? Wenn er sich Sorgen macht, dass er zu einem Problem werden könnte, dann muss er auch die Verantwortung übernehmen. Er hat eine Wahl. Er ist nicht hilflos. Es gibt hier keine Opfer. Eddie musterte mich einige Sekunden lang. Und ich dachte, ich hätte schon eine harte Einstellung zum Leben. Du hast ein hartes Leben, korrigierte ich ihn. Aber dein Leben ist um die Idee herum aufgebaut, dass du dich immer um andere kümmern musst. Ich aber wurde in dem Glauben erzogen, dass das zwar manchmal nötig ist, dass aber trotzdem alle versuchen müssen, auf sich selbst aufzupassen. Und dennoch bist du hier. Was du nicht sagst. Willst du mich zu Liebe gleiten, um mit ihm zu reden? Der entschuldigende Ausdruck verschwand völlig auf Eddys Gesicht. Ja, antwortete er grimmig. Wir fanden Lee auf einer Bank vorm Haus. Er machte einen elenden Eindruck. Als wir näher kamen, sprang er auf. Es tut mir so leid, ihr beide. Ich hätte das nicht tun sollen. Sie klang einfach so traurig und verloren, dass ich. Sie wissen, wie sehr wir Jill beschützen wollen, unterbrach ich ihn. Wie konnten Sie davon ausgehen, dass wir uns keine Sorgen machen würden? Und sie ist minderjährig, warf Eddie ein. Sie können sie nicht einfach mitnehmen und mit ihr machen, was sie wollen. Ich gestehe, ich war ein wenig überrascht, dass es gerade die Gefahr für Jills Tugend war, die Eddie zur Sprache brachte. Nicht falsch verstehen. Ich war mir ebenfalls ihres Alters bewusst. Aber nachdem er sie buchstäblich hatte sterben sehen, schien es mir doch zuerst, als würde sich Eddie um schwerwiegendere Dinge als Knutschereien Sorgen machen. Lies graue Augen weiteten sich. Es ist nichts passiert. Ich würde ihr niemals so etwas antun. Ich verspreche es. Ich würde eine so vertrauensvolle Person niemals ausnutzen. Ich darf das nicht verderben. Sie bedeutet mir mehr als jedes andere Mädchen, mit dem ich jemals ausgegangen bin. Ich will, dass wir für immer zusammenbleiben. Ich dachte, dass für immer zusammenbleiben in ihrem Alter ziemlich extrem klang, aber die Aufrichtigkeit in seinen Augen rührte mich. Trotzdem entschuldigte sie nicht, was er getan hatte. Er nahm unsere Strafpredigt ernst und versprach, dass ich so etwas niemals wiederholen werde. Aber bitte. Darf ich Sie trotzdem sehen, wenn Ihr dabei seid? Können wir trotzdem noch als Gruppe etwas unternehmen? Eddie und ich wechselten einen Blick. Falls man ihr nach diesem Zwischenfall überhaupt noch erlaubt, den Campus zu verlassen, sagte ich. Ich weiß wirklich nicht, was geschehen wird. Nach einigen weiteren Entschuldigungen brach Lee auf, und auch Eddie kehrte in sein Wohnheim zurück. Ich war gerade auf dem Weg nach oben, als mein Handy klingelte. Als ich hinuntersah, entdeckte ich im Display zu meiner Überraschung die Nummer meiner Eltern in Salt Lake City. Hallo? fragte ich. Einen hektischen Augenblick lang hoffte ich, es werde Zoe sein. Sidney. Mein Vater. Die Furcht zog mir den Magen zusammen. Wir müssen über das reden, was passiert ist. Panik durchzuckte mich. Wie hatte er schon von Jills Verschwinden erfahren können? Keith schied als der offensichtlich Schuldige aus. Aber wie hatte Keith davon erfahren? War er bei Clarence gewesen, als er die Adrian angerufen hatte? Trotz seiner Fehler konnte ich mir nicht vorstellen, dass Adrian Keith erzählt hätte, was geschehen war. Worüber reden? fragte ich. Ich spielte auf Zeit. Dein Benehmen. Keith hat mich gestern Abend angerufen, und ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht. Gestern Abend? Demnach ging es hier gar nicht um Jills Verschwinden. »Warum also dann?« »Du sollst alles dafür tun, dass diese Mora sich einfügt. Du sollst nicht deine Freizeit mit ihnen verbringen und dich amüsieren. Ich konnte es kaum glauben, als Keith erzählt hast, du wärst mit ihnen zum Bowlen gegangen.« »Es war Minigolf. Und Keith hat es abgesegnet. Ich habe ihn vorher gefragt.« »Und dann höre ich, dass du all diesen anderen Vampiren hilfst, Besorgungen zu machen. Und was weiß ich, was noch alles?« Du bist nur diesem Mädchen verpflichtet und du musst auch nur das tun, was für ihr Überleben notwendig ist, was du, wie ich außerdem höre, aber nicht tust. Kies hat mir von einem Zwischenfall erzählt, als du mit ihren Problemen in der Sonne nicht richtig umgegangen bist. Das habe ich sofort gemeldet, rief ich. Ich hatte gewusst, dass Kies das gegen mich verwenden wollte. Kies, ich hielt inne, und überlegte, wie ich mit dieser Situation am besten umgehen sollte. Hat meinen ersten Bericht missverstanden. Keith hatte meinen ursprünglichen Bericht in den Wind geschossen, aber wenn ich meinem Vater erzählte, dass sein er Schützling gelogen hatte, würde er ihn nur umso mehr verteidigen. Er würde mir nicht glauben. Und das ausgerechnet aus Keiths Mund. Er hängt ständig mit Clarence rum und will nicht sagen, warum. Wahrscheinlich, um dafür zu sorgen, dass er stabil bleibt. Ich höre, der alte Mann sei nicht ganz bei sich. Er ist besessen von Vampirjägern, erklärte ich. Er glaubt, da draußen seien Menschen, die seine Nichte getötet haben. Nun, erwiderte mein Vater, da draußen sind einige Menschen, die von der Vampirwelt etwas mitbekommen, jene, die wir nicht davon abbringen können. Wohl kaum Jäger. Keith tut seine Pflicht, indem er Clarence aufklärt. Du jedoch bist irregeleitet. Das ist kein fairer Vergleich. Ehrlich gesagt, ich gebe mir selbst die Schuld, sprach er weiter. Irgendwie bezweifelte ich das. Ich hätte dich nicht gehen lassen sollen. Du warst noch nicht bereit, nicht nach dem, was du durchgemacht hast. Es verwirrt dich, mit diesen Vampiren zusammen zu sein. Das ist auch der Grund, warum ich dich zurückrufe. Was? Wenn es nach mir ginge, würdest du sofort zurückkommen. Bedauerlicherweise wird Zoe erst in zwei Wochen fertig sein. Die Alchemisten wollen sie einigen Prüfungen unterziehen, bevor sie ihre Tätowierung bekommt. Sobald das geschehen ist, werden wir sie an deiner Stelle hinschicken und dir etwas Hilfe besorgen. Dad, das ist verrückt. Ich komme hier gut klar. Bitte schickt Zoe nicht. Es tut mir leid, Sidney, fiel Emmy ins Wort. Du hast mir keine Wahl gelassen. Bitte bring dich in der verbleibenden Zeit nicht in Schwierigkeiten. Er legte auf, während ich weiter mutlos im Flur stand. Zwei Wochen. Zwei Wochen und sie würden Zoe schicken. Und ich? Wohin würden sie mich denn dann schicken? Ich wollte nicht darüber nachdenken, aber ich wusste es. Ich musste es verhindern. Die Räder waren bereits in Bewegung. Die Tätowierungen, dachte ich plötzlich. Wenn ich meine Tests an den gestohlenen Substanzen beenden und Informationen über den Blutlieferanten liefern konnte, würde ich den Respekt der Alchemisten erringen. Hoffentlich genug davon, um mich von dem Makel zu befreien, den Kies mir angehängt hatte. Und warum hat er es getan? Warum gerade jetzt? Ich wusste, dass er mich niemals hatte dabei haben wollen. Vielleicht hatte er einfach auf den richtigen Zeitpunkt gewartet und so lange Beweise gegen mich gesammelt um mich auf einen Rutsch abschießen zu können. Aber das würde ich nicht zulassen. Ich würde diesen Fall mit den Tätowierungen lösen und beweisen, wer der herausragende Alchemist war. Ich hatte jetzt genug Beweise, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen, und würde einfach abliefern, was ich hatte, falls binnen einer Woche nichts Neues ans Tageslicht kam. Die Entscheidung erfüllte mich mit Entschlossenheit. Aber als ich später zu Bett ging, hatte ich trotzdem Mühe einzuschlafen. Die Drohung meines Vaters hing über mir, ebenso wie meine Furcht vor dem Umerziehungslager. Nachdem ich mich ungefähr eine Stunde lang im Bett gewälzt hatte, döste ich schließlich ein. Aber selbst dann war der Schlaf noch rastlos und voller Sorgen. Nach nur wenigen Stunden wachte ich auf und musste von neuem einschlafen. Diesmal träumte ich. Im Traum stand ich in Clarence Wohnzimmer. Alles war adrett und befand sich an seinem Platz, während das dunkle Holz und die antiken Möbel dem Raum sein gewohntes, unheimliches Gefühl verliehen. Die Einzelheiten waren überraschend lebendig, und es schien, als könnte ich sogar die staubigen Bücher und das Leder der Möbel riechen. Hm, es hat funktioniert. War mir nicht sicher, ob es auch bei einem Menschen gehen würde. Ich fuhr herum und sah Adrian an der Wand lehnen. Einen Moment zuvor war er noch nicht da gewesen, und diese Angst aus Kindertagen, dass Vampire aus dem Nichts auftauchen konnten, blitzte jetzt in mir auf. Dann fiel mir ein, dass dies ein Traum war und solche Dinge eben irgendwie geschahen. Wessen warst du dir nicht sicher? fragte ich. Er deutete auf den Raum um ihn herum. Ob ich dich erreichen könnte? Ob ich dich hier in diesen Traum bringen könnte? Ich konnte seinen Worten nicht ganz folgen und erwiderte nichts. Er zog eine Augenbraue hoch. Du weißt es nicht, oder? Wo du bist? Bei Clarence, sagte ich. Naja, in Wirklichkeit liege ich schlafend in meinem Bett. Dies ist nur ein Traum. Du hast zur Hälfte recht, entgegnete er. Das ist ein Geisttraum. Das ist wirklich. Ich runzelte die Stirn. Ein Geisttraum? Da die meisten unserer Informationen über Geist bruchstückhaft waren, hatten wir kaum etwas über Geistträume gehört. Das meiste dessen, was ich darüber wusste, hatte ich von Rose erfahren, die Adrian regelmäßig in Träumen besucht hatte. Ihr zufolge waren die Träumer und der Geistbenutzer tatsächlich zusammen, in einer Begegnung des Geistes. Sie kommunizierten über weite Entfernungen miteinander. Zwar war es schwer für mich, das restlos zu begreifen, aber ich hatte erlebt, wie Rose mit Informationen aufgewacht war, die sie andernfalls nicht bekommen hätte. Trotzdem hatte ich keinen Beweis dafür, dass ich mich jetzt wirklich in einem Geisttraum befand. Das ist einfach ein gewöhnlicher Traum, konterte ich. Bist du sicher? fragte er. Seh dich um. Konzentriere dich. Fühlt es sich nicht anders an? Wie ein Traum einerseits. Oder doch nicht wie ein Traum? Auch nicht ganz wie das wirkliche Leben. Nenn es, wie du willst. Aber wenn wir uns das nächste Mal in der Wachenwelt wiedersehen, werde ich dir genau sagen können, was hier geschehen ist. Ich blickte mich im Raum um. Und musterte ihn so, wie er es vorgeschlagen hatte. Wieder einmal verblüffte mich die Lebendigkeit selbst der kleinsten Einzelheiten. Es fühlte sich gewiss wirklich an, aber das Tatenträume doch häufig. Nicht wahr? Im Allgemeinen wusste man nie, dass man träumte, bis man erwachte. Ich schloss die Augen, holte tief Luft und versuchte, meinen Geist zu beruhigen. Und genauso fühlte ich es. Ich verstand, was er meinte. Nicht ganz wie ein Traum nicht ganz wie das wirkliche Leben. Ich riss die Augen auf. Hör auf damit, rief ich und wich vor ihm zurück. Mach, dass es aufhört. Bring mich von hier weg. Denn indem ich akzeptierte, dass dies wirklich ein Geisttraum war, musste ich noch etwas anderes einräumen. Ich war von Vampirmagie umgeben. Mein Verstand war mit ihr verwickelt. Ich hatte das Gefühl zu ersticken. Die Magie bedrängte mich, nahm mir die Luft, Bitte. Ich klang immer panischer. Bitte lass mich gehen. Adrian richtete sich überrascht auf. Hey, Sage, beruhige dich. Alles ist mit dir in Ordnung. Nein, ist es nicht. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass die Magie mich berührt. Sie wird dir nicht wehtun, erwiderte er. Es ist nichts. Sie ist falsch, flüsterte ich. Adrian, hör auf damit. Er streckte eine Hand aus, wie in dem Versuch, mich zu trösten, besann sich dann jedoch eines anderen. Es wird dir nicht wehtun, wiederholte er. Höre mich einfach an, und danach werde ich den Traum auflösen, ich verspreche es. Selbst im Traum raste mein Puls. Ich schlang die Arme um mich, wich gegen die Wand zurück und wollte mich ganz klein machen. In Ordnung, flüsterte ich. Beeil dich. Ich wollte nur sagen, er stopfte die Hände in die Taschen und wandte voller Unbehagen den Blick ab, bevor er mich wieder ansah. Waren seine Augen hier grüner als im wirklichen Leben? Oder war das nur meine Fantasie? Ich wollte, ich wollte mich entschuldigen. Wofür? fragte ich. Ich konnte nichts anderes verarbeiten als mein eigenes Entsetzen. Für das, was ich getan habe. Du hattest recht. Ich habe heute deine Zeit und deine Mühe verschwendet. Ich zwang meinen Verstand, Erinnerung an diesen Nachmittag heraufzubeschwören. Danke, sagte ich schlicht. Ich weiß nicht, warum ich so etwas tue, fügte er hinzu. Ich kann einfach nicht dagegen an. Ich hatte immer noch schreckliche Angst, hatte immer noch das Gefühl in der Magie, um mich herum zu ersticken. Irgendwie gelang es mir, mein früheres Gespräch mit Eddie wiederzugeben. Du kannst lernen, dich zu beherrschen, sagte ich. Du bist kein Opfer. Adrian hatte ins Leere geschaut, aufgewühlt von seinen Gedanken. Plötzlich sah er mich wieder an. Genau wie Rose. Was? Adrian streckte die Hand aus, und plötzlich erschien dort eine dornige rote Rose. Ich keuchte auf und versuchte noch weiter zurückzuweichen. Er zwirbelte den Stiel, wobei er darauf achtete, sich nicht in die Finger zu stechen. Sie hat das gesagt, dass ich das Opfer spiele. Bin ich wirklich so jämmerlich? Die Rose verwelkte und zerfiel vor meinen Augen, verwandelte sich in Staub und verschwand dann endgültig. Ich machte auf meiner Schulter das Zeichen gegen das Böse und versuchte mich daran zu erinnern, wovon wir gesprochen hatten. Jämmerlich ist nicht das Wort, das ich benutzen würde, erwiderte ich. Welches Wort würdest du dann benutzen? Mein Kopf war leer. Ich weiß nicht. verwirrt? Er lächelte. Das ist eine Untertreibung. Ich werde in einem Wörterbuch nachsehen, wenn ich aufwache und mich dann bei dir melden. Könntest du das jetzt hier beenden? Das Lächeln verblasste zu einem Ausdruck des Erstaunens. Du hast wirklich solche Angst, nicht wahr? Ich ließ mein Schweigen für mich antworten. Okay. Nur noch eins. Mir ist eine Möglichkeit eingefallen, wie ich von Clarence wegkomme und etwas Geld verdienen kann. Ich habe über das College und finanzielle Unterstützung nachgelesen. Was meinst du, wenn ich irgendwo Kurse belegen würde, könnte ich genug bekommen, um davon zu leben? Das war eine konkrete Frage, mit der ich umgehen konnte. Möglich. Aber meiner Ansicht nach ist es zu spät. Der Unterricht hat schon überall begonnen. Ich habe im Internet etwas gefunden. Carton. Ein College auf der anderen Seite der Stadt, das noch nicht angefangen hat. Aber ich müsste trotzdem schnell handeln und ich weiß nicht, wie man so etwas macht. Der Papierkram, die Prozeduren. Aber das ist deine Spezialität, nicht wahr? Traurig, aber wahr, bestätigte ich. Ein Teil von mir dachte, dass Carlton mir irgendwie bekannt vorkam, aber ich konnte es nicht einordnen. Er holte tief Luft. Wirst du mir helfen? Ich weiß, ich mache dich damit schon wieder zum Babysitter, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich verspreche jedoch, dass ich dir auf halbem Wege entgegenkomme. Erklär mir, was ich tun muss und ich werde es tun. Babysitter. Er hatte mit Jill oder Eddie gesprochen oder mit beiden. Das war jedoch plausibel. Er hatte wissen wollen, ob es ihr gut ging. Ich konnte mir nur vorstellen, wie meine Tirade wiedergegeben worden war. Du hast schon früher das College besucht, sagte ich und dachte an seine Akte. Ich hatte sie überprüft, als ich den unseligen Lebenslauf verfasst hatte. Du bist abgegangen. Adrian nickte. Ja. Woher weißt du, dass du es diesmal nicht tun wirst? Woher weiß ich, dass du meine Zeit nicht wieder verschwendest? Du weißt es nicht, Sage, gab er zu. Und ich mache dir keinen Vorwurf. Ich kann dich nur bitten, mir noch eine Chance zu geben. Zu versuchen, mir zu glauben, wenn ich sage, dass ich es durchziehen werde. Zu glauben, dass es mir ernst ist. Mir zu vertrauen. Lange Sekunden streckten sich zwischen uns. Ich entspannte mich ein wenig, ohne es zu bemerken, obwohl ich mich immer noch an die Wand drückte. Ich musterte ihn und wünschte, ich verstünde mich besser darauf, Leute zu durchschauen. Seine Augen waren im wirklichen Leben tatsächlich so grün, stellte ich fest. Ich betrachtete ihn nur normalerweise nicht so eingehend. In Ordnung, sagte ich. Ich vertraue dir. Eine Art Schock zeigte sich auf seinem Gesicht. Wirklich? Ich konnte Leute nicht besser durchschauen als vor zehn Sekunden, aber in diesem Moment blitzte in mir plötzlich ein gewisser Einblick in das Rätsel auf, das Adrian Iwaschkow darstellte. Leute glaubten offenbar nicht sehr oft an ihn. Sie hatten geringe Erwartungen an ihn, genau wie er selbst. Sogar Eddie hatte ihn abgeschrieben. Er ist Adrian, als ließe sich nichts daran ändern. Außerdem begriff ich plötzlich, dass Adrian und ich, so unwahrscheinlich es auch schien, viel gemeinsam hatten. Wir beide wurden ständig durch die Erwartungen anderer in Schubladen gesteckt. Es spielte keine Rolle, dass die Leute alles von mir erwarteten und nichts von ihm. Wir waren trotzdem gleich. Wir versuchten beide ständig aus den Grenzen auszubrechen, die andere für uns definiert hatten, und wir selbst zu sein. Adrian Iwaschkow, oberflächlicher Playboy und Vampir war mir plötzlich ähnlicher als jeder andere, den ich kannte. Der Gedanke war so verblüffend, dass ich ihm nicht sofort antworten konnte. Ja, erklärte ich schließlich, ich werde dir helfen. Ich erschauderte. Die Angst des Traumes kehrte zurück, und ich wollte nur, dass dies hier aufhörte. Ich hätte allem zugestimmt, um wieder in meinem nicht magischen Bett zu liegen. Aber nicht hier. Bitte, wirst du mich zurückbringen? Oder das hier beenden, oder was immer es ist. Er nickte langsam und wirkte dabei immer noch benommen. Der Raum verblasste allmählich. Seine Farben und Linien verwischten wie bei einem im Regen liegenden gelassenen Gemälde. Schon bald war alles schwarz und ich wachte in meinem Bett im Wohnheim auf. Als ich es tat, nahm ich nur noch ganz am Rande seine Stimme in meinem Kopf wahr. Danke, Sage. Kapitel 19 Wenn ich schon vorher Mühe gehabt hatte, einzuschlafen, machte Adrians Traum alles nur noch schlimmer. Obwohl ich nun wieder geborgen in meinem eigenen Bett lag, konnte ich das Gefühl einer Vergewaltigung nicht abschütteln. Ich stellte mir vor, dass meine Haut von der Ansteckung durch Magie kribbelte. Ich war so erbricht darauf gewesen, dem Traum zu entkommen, dass ich nur halb begriffen hatte, worauf ich mich da eingelassen hatte. Ich respektierte Adrians Wunsch, aufs College zu gehen, aber jetzt fragte ich mich, ob ich ihm nach dem Vorwurf meines Vaters, ich hätte mich mit Vampiren angefreundet, wirklich dabei helfen sollte. Ich war nicht gerade in der besten Stimmung, als ich einige Stunden später aufstand. Die Spannung in unserem Zimmer war mit Händen zu greifen, während Jill und ich uns auf die Schule vorbereiteten. Jills gestriger Trotz war verschwunden. Nun warf sie mir immer wieder einen nervösen Blick zu, wenn sie glaubte, ich würde es nicht bemerken. Zuerst vermutete ich, dass sie sich wegen meines Ausbruchs vom vergangenen Abend so unbehaglich fühlte. Aber als wir unser Zimmer verließen, um zum Frühstück zu gehen, wusste ich, dass mehr dahinter steckte. Was ist? fragte ich schroff und brach endlich das Schweigen. Was willst du mich fragen? Jill warf mir einen weiteren argwöhnischen Blick zu, als wir uns in das Gedränge der anderen Mädchen mischten, die auf dem Weg nach unten waren. Ähm, gestern ist etwas passiert. Gestern ist viel passiert, dachte ich. Das war mein übermüdetes, bitteres Ich, das da sprach. Doch ich wusste, dass es nicht das war, worauf sie hinaus wollte. Zum Beispiel, fragte ich. Hm. Ich habe dir davon erzählt, dass Lee mich in diesen Laden mitgenommen hat. Diese Kleiderboutique, deren Besitzer erkennt. Ihr Name ist Lea Di Stefano. Wir haben uns unterhalten und sie, ähm, sie hat mir einen Job angeboten. Irgendwie. Der Modeljob? Wir erreichten die Auslage der Cafeteria. Obwohl ich nur wenig Appetit hatte, entschied ich mich für einen Joghurt, der traurig und einsam auf der Mitte meines ansonsten leeren Tabletts stand. Wir haben darüber geredet. Es ist noch nicht sicher. Trotzdem war es eine Ironie, dass ein zufälliger Besuch Jill einen Job verschaffen konnte, während Adrian bei drei offiziellen Vorstellungsgesprächen gescheitert war. Es geht nicht um gestellte Fotos, die in einer Zeitschrift erscheinen würden oder irgend so etwas. Es ist eine Laufstegshow hiesiger Modeschöpfer. Wir haben ihr erzählt, wir würden einer Religion angehören, in der es bestimmte Regeln über Fotos und Identität gab. Lea meinte, sie hätte tatsächlich schon daran gedacht, ihren Models Halbmasken aufzusetzen. So eine in der Art, die man zu einem Maskenball trägt. Mit diesen Masken und der Beleuchtung und der Bewegung, na ja, es wäre schwer, mich zu identifizieren, wenn irgendwelche ungestellten Fotos dabei herauskämen. Es ist nur ein einmaliges Ereignis, aber ich würde sie vorher zur Anprobe aufsuchen müssen. Und zum Üben. Sie würde mich auch bezahlen, aber jemand müsste mich dorthin bringen und mir eine elterliche Genehmigung verschaffen. Wir setzten uns und ich verbrachte eine unnötig lange Zeit damit, in meinem Joghurt zu rühren, während ich über ihre Worte nachgrübelte. Dabei konnte ich ihren Blick auf mir spüren. Es ist irgendwie dumm, nehme ich an, fuhr sie fort, als ich nicht antwortete. Ich meine, ich habe keine Erfahrung und ich weiß nicht mal, warum sie mich haben will. Vielleicht ist es bloß ein Gag, unheimliche Models oder sowas. Ich nahm schließlich einen Löffel Joghurt, dann sah ich zu ihr auf. Du bist nicht unheimlich, Jill. Du hast wirklich den idealen Körper für ein Model. So etwas ist schwer zu finden, zumindest unter Menschen. Erneut versuchte ich nicht daran zu denken, wie schwer es uns Menschen fiel, es mit der Perfektion der Mora aufzunehmen. Ich versuchte jetzt nicht gleich daran zu denken, dass mein Dad vor Jahren mal meine Figur kritisiert und gesagt hatte Wenn diese Monster es tun können, warum du nicht auch? Aber du hältst es nach wie vor für eine furchtbar schlechte Idee, gab sie zurück. Ich reagierte nicht. Ich wusste, was Jill wollte, aber sie konnte sich nicht dazu überwinden, mich direkt darum zu bitten. Und ich konnte nicht jetzt schon einfach nachgeben. Ich war wegen gestern immer noch zu erregt und keineswegs geneigt, ihr einen Gefallen zu tun. Andererseits konnte ich auch nicht nein sagen. Noch nicht. Trotz ihres verantwortungslosen Verhaltens hatte mich ihre Bemerkung, wie elend ihr Leben hier sei, schwer getroffen. Dies war etwas Positives und Gutes, mit dem sie sich die Zeit vertreiben konnte. Außerdem war es ein dringend benötigter Schub für ihr Ego. Laurel war es gelungen, Jills ungewöhnliche Gesichtszüge gegen sie zu verwenden. Im Gegensatz dazu würde es Jill gut tun, wenn sie sah, dass andere sie positiv betrachteten. Sie musste begreifen, dass sie etwas Besonderes war, dass sie wunderbar war. Ich wusste nicht, ob ich Lee für diese Chance verfluchen oder ihm danken sollte. Ich glaube, wir können erst etwas entscheiden, wenn wir mit Mrs. Weathers gesprochen haben, meinte ich schließlich. Ich warf einen Blick zu einer Uhr in der Nähe. Und wir müssen jetzt sowieso zu ihr. Ich aß noch einige Löffel von meinem Joghurt, bevor ich ihn wegwarf. Jill nahm sich für unterwegs einen Donut mit. Als wir in unsere Lobby zurückkehrten, stellten wir fest, dass für Jill etwas abgegeben worden war. Ein Strauß vollkommener roter Rosen und dazu ein Entschuldigungsbrief von Lee. Jill schmolz dahin. Die Bewunderung für die Geste zeigte sich auf ihrem Gesicht. Selbst ich bewunderte die Romantik, die dahinter stand, obwohl ein sarkastischer Teil meiner selbst sagte, dass Lee stattdessen vielleicht besser Eddie und mir Blumen hätte schicken sollen. Wir waren diejenigen, bei denen er sich entschuldigen musste. Dennoch gerieten die Blumen schnell in Vergessenheit, als wir uns in Mrs. Weathers Büro niederließen und ihr Urteil hörten. Ich habe mit dem Direktor gesprochen. Sie werden nicht der Schule verwiesen, erklärte sie Jill. Aber im kommenden Monat werden Sie sich ausschließlich in Ihrem Wohnheim aufhalten, wenn Sie nicht im Unterricht sind. Sie werden sich nach Ende des Unterrichts sofort bei mir melden, damit ich weiß, dass Sie hier sind. Sie dürfen zu den Mahlzeiten in die Cafeteria gehen, aber nur in die Ihres Wohnheims, nicht in die auf dem Westcampus. Die einzigen Ausnahmen von dieser Regel gibt es, wenn eine Hausaufgabe oder ein Lehrer von Ihnen verlangt, außerhalb der Schulstunden irgendwo hinzugehen, wie zum Beispiel in die Bibliothek. Wir nickten beide, und einen Moment lang war ich einfach erleichtert, dass Jill nicht der Schule verwiesen worden war oder etwas in der Art. Dann traf mich das wahre Problem wie ein Schlag ins Gesicht. Ich hatte Jill erklärt, dass dieses Treffen Einfluss auf jegliche Entscheidungen im Hinblick auf den Modeljob haben werde, doch es stand viel Schlimmeres auf dem Spiel. Wenn sie Hausarrest im Wohnheim hat, dann darf sie die Schule nicht verlassen, sagte ich. Mrs. Weathers bedachte mich mit einem schiefen Lächeln. Ja, Miss Melrose, das bedeutet Hausarrest im Allgemeinen. Aber sie muss die Schule verlassen dürfen, Madam, wandte ich ein. Wir haben zweimal in der Woche ein Familientreffen. Im Idealfall hatten wir sogar mehr. Aber ich hoffte, dass uns eine niedrige Zahl vielleicht Freiheit erkaufte. Es war von entscheidender Wichtigkeit, dass Jill Blut bekam. Und zwei Tage pro Woche waren das absolute Minimum, mit dem ein Vampir überleben konnte. Es tut mir leid, Regeln sind Regeln, und weil Ihre Schwester sie gebrochen hat, hat sie das Privileg verloren, an solchen Anlässen teilzunehmen. Sie sind doch ein gläubiger Mensch, wandte ich ein. Ich hasste es, die Religionskarte auszuspielen, aber dagegen konnte die Schule nur schwer etwas einwenden. Und bei der Modeschöpferin hat es anscheinend funktioniert. Wir gehen an diesen Tagen als Familie zur Kirche. Wir und unsere Brüder. Mrs. Weathers Gesicht zeigte mir, dass ich tatsächlich an Boden gewonnen hatte. Wir brauchen einen unterschriebenen Brief ihrer Eltern, erklärte sie schließlich. Großartig. Das hat im Sportunterricht ja schon mal gut funktioniert. Was ist mit unserem Bruder? Er ist hier unser juristischer Vormund. Gewiss konnte sich nicht einmal Keith dagegen sperren. Schließlich ging es um Blut. Sie überlegte. Ja, das könnte akzeptabel sein. Es tut mir leid, sagte ich zu Jill, als wir nach draußen gingen, um den Shuttlebus zu nehmen. Wegen des Modeljobs. Wir werden es schwer genug haben, dir die Erlaubnis zu verschaffen, zu Clarence zu fahren. Jill nickte und unternahm keinen Versuch, ihre Enttäuschung zu verbergen. Wann findet die Show statt? fragte ich und dachte, dass sie es vielleicht noch tun konnte, wenn ihre Strafe vorüber war. In zwei Wochen. So viel zu dieser Idee. Tut mir leid, wiederholte ich. Zu meiner Überraschung lachte Jill tatsächlich. Dazu hast du keinen Grund. Nicht nach dem, was ich getan habe. Ich bin diejenige, der es leid tut. Und das mit Adrian tut mir ebenfalls leid. Die Sache mit den Vorstellungsgesprächen. Das ist etwas, wofür du dich nicht entschuldigen brauchst. Wieder einmal wurde mir bewusst, wie mühelos alle Leute Ausreden für ihn fanden. Sie bewies das mit ihrer nächsten Bemerkung. Er kann nicht dagegen an, so ist er eben. Er kann schon dagegen an, dachte ich. Stattdessen sagte ich Halt einfach durch, okay? Ich werde Keith dazu bringen, ein Entschuldigungsschreiben für unsere religiösen Aktivitäten zu unterschreiben. Sie lächelte. Danke, Sydney. Im Allgemeinen trennten wir uns, wenn der Bus den zentralen Campus erreichte, aber als wir ausstiegen, zögerte sie. Wieder einmal sah ich ihr an, dass sie mir etwas sagen wollte, jedoch Mühe hatte, den Mut dazu aufzubringen. Ja? fragte ich. Ich. Wollte dir nur sagen, es tut mir wirklich leid, dass ich es dir so schwer mache. Du tust so viel für uns. Wirklich. Und wenn du dich aufregst, dann deswegen, weil, naja, ich weiß, dass du Anteil nimmst. Was mehr ist, als ich von anderen Leuten bei Hofe sagen kann. Das stimmt nicht, widersprach ich. Sie nehmen doch auch Anteil. Sie haben sich viel Mühe gegeben, dich hierher zu bringen und zu beschützen. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass sie es mehr für Lissa tun als für mich, meinte sie traurig. Und meine Mom hat nicht besonders protestiert, als sie sagten, sie würden mich wegschicken. Sie wollen dich in Sicherheit wissen, entgegnete ich. Was bedeutet, dass sie harte Entscheidungen treffen müssen? Entscheidungen, die auch für sie hart sind. Jill nickte zwar, aber ich wusste nicht, ob sie mir glaubte. Ich erstattete Eddie den Morgenbericht, als wir zum Geschichtskurs kamen. Mit jeder neuen Entwicklung in der Geschichte offenbarte sein Gesicht eine ganze Palette von Gefühlen. Meinst du, Keith wird dir die Entschuldigung schreiben? fragte er mit leiser Stimme. Er muss. Der ganze Sinn unseres Aufenthalts hier besteht darin, sie am Leben zu erhalten. Sie verhungern zu lassen wäre kontraproduktiv. Ich machte mir nicht die Mühe, Eddie zu erzählen, dass ich Probleme mit meinem Vater und den Alchemisten hatte, und wie gut die Chancen standen, dass ich in zwei Wochen nicht einmal mehr hier sein würde. Offensichtlich war Eddie wegen Jills Situation bereits sehr erregt und ich wollte ihm nicht noch eine Sorge mehr aufbürden. Am Ende des Tages traf ich mich mit Mr. Williger und gab die letzten Notizen ab, die ich aus den alten Büchern für sie kopiert hatte. Als ich mich an einen Pult setzte, bemerkte ich einen Aktenordner mit Artikeln auf dem Tisch. Carlton College stand in geprägten goldenen Lettern darauf. Jetzt fiel mir auch ein, warum mir der Name so bekannt vorgekommen war, als Adrian ihn in dem Traum erwähnt hatte. Mr. Williger? Äh, hatten Sie nicht gesagt, Sie würden Leute am Carlton College kennen? Sie schaute von ihrem Computer auf. Hm? Oh, ja. Ich glaube schon. Ich spiele mit der halben Geschichtsfakultät Poker. Im Sommer unterrichte ich dort sogar. Das heißt, in Geschichte, nicht Poker. Sie kennen nicht zufällig jemanden vom Zulassungsgremium, oder? fragte ich. Er, ja, nein. Ich nehme an, ich kenne eher Leute, die Leute dort kennen. Sie richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Bildschirm. Ich schwieg, und nach einigen Sekunden sah sie mich wieder an. Warum fragen Sie? Es gibt keinen besonderen Grund. Natürlich gibt es einen besonderen Grund. Interessieren Sie sich dafür, dieses College zu besuchen? Sie würden dort, weiß Gott, wahrscheinlich mehr lernen als hier. Natürlich mit Ausnahme meines Kurses. Nein, Madame, antwortete ich. Aber mein Bruder würde gern hingehen. Er hat gehört, dass die Kurse noch nicht begonnen haben, weiß aber nicht genau, ob er so kurzfristig noch aufgenommen werden kann. Es ist auch wirklich sehr kurzfristig, stimmte Mr. Billiger mir zu. Sie musterte mich eingehend. Soll ich mich mal erkundigen? Oh, oh nein, Madame. Ich hatte nur gehofft, einige Namen von Personen zu bekommen, mit denen ich mich in Verbindung setzen könnte. Ich würde Sie nie bitten, so etwas zu tun. Sie zog die Augenbrauen hoch. Warum denn nicht? Ich wusste nicht weiter. Manchmal war sie so schwer zu verstehen. Weil Sie keinen Grund dazu haben. Ich würde es als Gefälligkeit für Sie tun. Darauf konnte ich keine Antwort finden und starrte sie nur an. Sie lächelte und schob sich die Brille die Nase hoch. Das können Sie einfach nicht glauben, stimmt's? Dass jemand Ihnen einen Gefallen tut. Ich, also das heißt, meine Stimme verlor sich, denn ich wusste immer noch nicht recht, was ich sagen sollte. Sie sind meine Lehrerin. Ihr Job ist es, na ja, mich zu unterrichten. Das ist alles. Und Ihr Job? gab sie zurück ist es, sich in der letzten Schulstunde in diesem Raum zu melden, um sämtliche dieser banalen Aufgaben zu erledigen, die ich für Sie habe, und am Ende des Semesters dann einen Aufsatz abzugeben. Sie sind in keiner Weise dazu verpflichtet, mir Kaffee zu holen, nach der Schulzeit aufzutauchen, mein Leben zu organisieren oder Ihr eigenes vollkommen neu zu ordnen, um meine lächerlichen Bitten zu erfüllen. Es, es macht mir nichts aus, erwiderte ich. Und alles ist zu erledigen. Sie kicherte. Ja, und Sie bestehen darauf, sich für Ihre Aufgaben ein Bein auszureißen, nicht wahr? Ganz gleich, wie unbequem es für Sie ist. Ich zuckte die Achseln. Ich mache meine Sache eben gern gut, Madame. Sie machen Ihre Sache hervorragend, viel besser, als Sie es müssen. Und vor allem, Sie tun es klaglos. Daher ist es doch das Geringste, was ich tun kann, Ihretwegen einige Telefongespräche zu führen. Wieder lachte sie. Das verblüfft sie am meisten, nicht wahr? Dass jemand sie lobt? Oh, nein, widersprach ich matt, ich meine, es kommt schon vor. Sie nahm ihre Brille ab und musterte mich aufmerksamer. Das Gelächter war verschwunden. Nein, ich glaube nicht. Ich kenne ihre spezielle Situation nicht, aber mir sind schon viele Schüler wie sie begegnet, solche, deren Eltern sie einfach so hierher verfrachten. Obwohl ich das Streben nach Bildung zu schätzen weiß, finde ich, dass ein größerer Teil der Schüler bloß deshalb hierherkommt, weil ihre Eltern einfach nicht die Zeit oder die Lust haben, sich mit dem Leben ihrer Kinder zu beschäftigen oder ihnen auch nur Aufmerksamkeit zu schenken. Wir beschäftigten uns mit einem dieser zwischenmenschlichen Bereiche, die regelmäßig Unbehagen in mir auslösten, vor allem, weil unerwartet ein Element der Wahrheit darin lag. Es ist noch komplizierter, Madame. Da bin ich mir sicher, antwortete sie. Ihre Miene wurde grimmig, und jetzt sah sie ganz anders aus als die zerstreute Lehrerin, die ich sonst kannte. Aber hören Sie auf meine Worte. Sie sind eine außergewöhnliche, talentierte und brillante junge Frau. Lassen Sie sich niemals von jemandem das Gegenteil einreden. Lassen Sie sich niemals das Gefühl aufdrängen, unsichtbar zu sein. Von niemandem. Erlauben Sie keinem, nicht einmal einer Lehrerin, die sich ständig von ihnen Kaffee holen lässt, sie herumzuschubsen. Sie setzte ihre Brille wieder auf und suchte unter ihren Papieren herum. Schließlich fand sie einen Stift und grinste triumphierend. Also dann. Wie heißt ihr Bruder? Adrian, Madame. In Ordnung. Sie nahm einen Bogen Papier heraus und notierte sich sorgfältig den Namen. Adrian Melbourne. Melrose, madam. Richtig, natürlich. Sie strich das falsche Wort durch und murmelte vor sich hin. Ich bin nur froh, dass sein Vorname nicht Hobart lautet. Als sie fertig war, lehnte sie sich lässig auf ihrem Stuhl zurück. Da Sie es gerade erwähnen, es gibt eine Sache, die Sie für mich tun könnten. Was immer es ist, sagte ich, Sie sollen einen der Zauber aus diesem ersten Buch ausprobieren. Entschuldigen Sie bitte? Haben Sie gerade gesagt, ich soll einen Zauber ausprobieren? Mr. Williger wedelte mit der Hand. Oh, keine Sorge. Ich bitte Sie nicht, einen Zauberstab zu schwenken oder ein Tieropfer darzubringen. Aber ich bin schrecklich fasziniert davon, wie komplex einige der Formeln und Schritte dieser Zauber waren. Ich muss mich einfach fragen, ob jemand sie tatsächlich in allen Einzelheiten durchgeführt hat. Einige sind ziemlich kompliziert. Ich weiß erwiderte ich trocken. Ich habe sie ja abgetippt. Genau. Also probieren Sie einen der Zauber aus, befolgen Sie die Anweisungen, stellen Sie fest, wie lange es dauert, stellen Sie ebenfalls fest, ob auch nur die Hälfte der erforderlichen Maßnahmen überhaupt möglich sind. Dann fassen Sie die Daten in einem Bericht zusammen. Bei so etwas, das weiß ich, sind Sie herausragend. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Mr. Williger forderte mich ja nicht eindeutig dazu heraus, Magie einzusetzen, gewiss nicht auf die gleiche Weise, wie die Vampire sie benutzten. So etwas war überhaupt nicht möglich. Magie war nicht das Gebiet der Menschen. Sie war unnatürlich und verstieß gegen die Funktionsweise des Universums. Was die Alchemisten taten, gründete sich auf Wissenschaft und Chemie. Die Tätowierungen besaßen Magie, aber wir waren es, die vampirische Magie unserem Willen unterwarfen. Wir benutzten sie nicht selbst. Das Übernatürlichste, was wir taten, war, einen Segen auf unsere Tränke herabzubeschwören. Sie bat mich nur, einen Zauber nachzustellen. Es war nicht echt. Es konnte nicht schaden. Und dennoch, warum verspürte ich so viel Unbehagen? Ich fühlte mich, als würde ich gebeten zu lügen oder zu stehlen. Was ist los? fragte sie. Für einen Moment erwog ich, es wieder mit Religion zu versuchen, aber dann tat ich die Idee ab. Dieser Vorwand war heute schon zu oft aufs Tapet gekommen, obwohl er diesmal tatsächlich halbwegs legitim erschien. Nichts, Madame. Es kommt mir nur ein wenig merkwürdig vor. Sie griff nach dem ersten Lederband und schlug ihn in der Mitte auf. Hier, nehmen Sie diesen. Ein Einäscherungsamulett. Er ist zwar kompliziert, aber zumindest werden Sie ein Kunst- und Handwerksprojekt haben, wenn Sie fertig sind. Außerdem sollten die meisten Zutaten leicht zu beschaffen sein. Ich nahm das Buch entgegen und überflog die Seite. Wo werde ich Nesseln herbekommen? Fragen Sie Mr. Carson. Er hat einen Garten vor seinem Unterrichtsraum. Alles andere können Sie bestimmt käuflich erwerben. Und Sie wissen ja, Sie können mir auch Quittungen geben. Ich zahle Ihnen das Geld zurück, wenn ich Sie losschicke, um mir was zu besorgen. Sie müssen längst ein Vermögen für Kaffee ausgegeben haben. Ich fühlte mich etwas besser, als ich sah, wie zusammengewürfelt die Zutaten waren. Nesseln, Achat, ein Stück Seide. Es gab nicht einmal etwas empflammbares. Also war es Unfug. Mit einem Nicken erklärte ich ihr, dass ich bald anfangen würde. In der Zwischenzeit tippte ich in Keiths Namen einen offiziellen Brief an die Amberwood. Das Schreiben erklärte, dass unsere Glaubensauffassungen zweimal die Woche einen Kirchenbesuch der ganzen Familie erforderten und dass Jill für diese Zeiten entschuldigt werden müsse. Außerdem sah das Schreiben vor, dass sich Jill sowohl vor als auch nach dem Familienausflügen bei Mrs. Weathers zu melden hatte. Hierher war ich recht zufrieden mit meiner Arbeit und hatte das Gefühl, dass sich Keith erheblich beräter klingen ließ, als er es verdiente. Ich rief ihn nach Schulschluss an und lieferte ihm eine kurze Zusammenfassung dessen, was mit Jill geschehen war. Natürlich gab er mir die Schuld. Du solltest sie im Auge behalten, Sydney, rief Keith. Ich soll hier außerdem Undercover als Schülerin auftreten und ich kann schließlich nicht jede Sekunde des Tages mit ihr verbringen. Ich fand es nicht der Mühe wert, zu erwähnen, dass ich tatsächlich mit Adrian unterwegs gewesen war, als Jill weggelaufen war. Nicht, dass Kies mir noch mehr hätte antun können. Er hatte bereits erheblichen Schaden angerichtet. Und jetzt muß ich also die Konsequenzen tragen, erwiderte er mit einer weltmüden Stimme. Ich bin derjenige, der für deine Unfähigkeit gerade stehen muß. Gerade stehen? Du brauchst bloß den Brief zu unterschreiben, den ich für dich getippt habe. Bist du im Moment zu Hause oder gleich zurück? Ich bringe dir den Brief rüber. In Anbetracht dessen, wie sehr er sich offenbar über die Sache ärgerte, ging ich davon aus, dass er sich auf das Angebot stürzen würde. Daher war ich sehr überrascht, als er sagte Nein, das brauchst du nicht, ich komme zu dir. Es ist kein Problem, ich kann in weniger als zehn Minuten bei dir sein. Er sollte nicht mehr Gründe als notwendig haben, sich darüber auszulassen, welche Unannehmlichkeiten ich ihm bereitete oder sich bei den Alchemisten zu beklagen. Nein, entgegnete Kies mit überraschender Eindringlichkeit Ich werde zu dir kommen ich breche sofort auf treffen wir uns im Sekretariat In Ordnung antwortete ich völlig verwirrt von seinem Gesinnungswechsel wollte er mich überprüfen oder so eine Inspektion verlangen Bis gleich Ich war bereits auf dem zentralen Campus daher konnte ich praktisch sofort im Sekretariat sein Ich setzte mich draußen auf eine kunstvolle steinerne Bank mit einem guten Blick auf den Besucherparkplatz und wartete. Es war heiß, wie gewöhnlich, aber da ich mich im Schatten aufhielt, war es tatsächlich ziemlich angenehm. Die Bank befand sich in einer kleinen Anlage voller blühender Pflanzen, wo auch ein Schild stand mit der Aufschrift Der Kelly Hayes Gedenkgarten. Er sah ziemlich neu aus. Hey Sydney. Christine und Julia kamen aus dem Gebäude und winkten mir zu. Sie setzten sich neben mich, um mich zu fragen, was ich gerade täte. Ich warte auf meinen Bruder. Ist er süß? erkundigte sich Christine hoffnungsvoll. Nein, antwortete ich, überhaupt nicht. Doch, das ist er, widersprach Julia. Ich habe ihn letztes Wochenende in deinem Wohnheim gesehen, als ihr alle zum Mittagessen gefahren seid. Ich brauchte eine Sekunde, bis ich begriffen hatte, dass sie Adrian meinte. Oh, anderer Bruder, Sie haben nicht viel gemeinsam. Stimmt es, dass deine Schwester in ernsten Schwierigkeiten steckt? wollte Julia wissen. Ich zuckte die Achseln. Nur ein bisschen. Sie darf den Campus nicht verlassen, Familienangelegenheiten ausgenommen. Es könnte schlimmer sein. Obwohl. Es hat sie ihren Modeljob gekostet. Darüber ist sie traurig. Für wen wollte sie denn modeln? fragte Christine. Ich grub in meinem Gedächtnis. Lea, Di Stefano. In zwei Wochen findet eine Show statt, und sie wollte Jill auf dem Laufsteg haben. Aber Jill kann nicht üben, weil sie hier bleiben muss. Die Augen der beiden wurden groß. Lisas Kleider sind umwerfend, schwärmte Julia. Jill muss das machen. Vielleicht bekommt sie kostenlose Sachen. Ich hab's doch gesagt, sie kann nicht. Christine legte nachdenklich den Kopf schräg. Aber was wäre, wenn sie es für die Schule täte? Wie so eine Sache, die für ihre Karriere oder ihren Beruf nützlich wäre? Sie wandte sich an Julia. Gibt es eigentlich noch einen Nähclub? Ich glaube ja, sagte Julia und nickte eifrig. Das ist eine gute Idee. Hat Jill ein Wahlfach? Neben Sport verlangte die Amberwood von ihren Allround-Schülern auch, dass sie außerhalb des Unterrichts an Hobbys und Aktivitäten teilnahm. Es gibt einen Nähclub, den sie beitreten könnte. Und ich wette, sie könnte es so drehen, dass ihre Arbeit für Lia als eine Art Spezialrecherche durchgeht. Als Jill neulich einen losen Faden an ihrer Strickjacke hatte festziehen wollen, hatte sie beinahe die ganze Jacke aufgeribbelt. Ich glaube, das ist wirklich nicht Jills Ding. Unwichtig, meinte Christine. Die meisten Leute in dem Club können ohnehin nicht nähen. Aber jedes Jahr arbeiten die Teilnehmer des Clubs für einheimische Modeschöpfer. Miss Yamani würde den Teilnehmern ganz bestimmt erlauben, bei der Show mitzumachen. Sie liebt Lia Di Stefano. Und sie müssten sie gehen lassen, warf Julia ein, einen triumphierenden Ausdruck auf dem Gesicht, weil es für die Schule wäre. Interessant, sagte ich und überlegte, ob es eine Chance gab, dass das funktionieren konnte. Ich sag's, Jill. Ein vertrauter blauer Wagen bog in die Einfahrt ein, und ich stand auf. Da ist er. Kies parkte, stieg aus und hielt Ausschau nach mir. Christine stieß einen leisen Laut der Anerkennung aus. Er ist nicht schlecht. Glaubt mir, sagte ich und setzte mich in Bewegung, ihr wollt nichts mit ihm zu tun haben. Kies bedachte die Mädchen mit etwas, das wahrscheinlich ein charmantes Lächeln sein sollte, und zwinkerte ihnen sogar zu. Sobald sie verschwunden waren, verschwand auch sein Lächeln. Er verströmte Ungeduld, und es war ein Wunder, dass er nicht mit dem Fuß auf den Boden klopfte. Lass uns das schnell hinter uns bringen, verlangte er. Warum hast du mich nicht zu einem besseren Zeitpunkt zu dir bestellt, wenn du es jetzt so eilig hast? Ich holte eine Mappe mit dem Brief heraus und reichte ihn Kies, zusammen mit einem Stift. Kies unterschrieb, ohne sich das Schreiben auch nur anzusehen, und reichte es mir zurück. Brauchst du sonst noch was? Fragte er. Nein. Vermassel es nicht nochmal, sagte er und öffnete die Autotür. Ich habe keine Zeit, dir andauernd Rückendeckung zu geben. Spielt das noch eine Rolle? fragte ich herausfordernd. Du hast doch schon dein Bestes gegeben, mich loszuwerden. Er sah mich mit einem kalten Lächeln an. Du hättest damals nicht meine Pläne durchkreuzen sollen. Nicht jetzt und damals auch nicht. Mit einem Zwinkern drehte er sich um und machte Anstalten abzufahren. Ich starrte ihn an. Außerstande, diese Freche zu glauben. Es war das erste Mal, dass er direkt jene Ereignisse angesprochen hatte, die Jahre zurücklagen. Na, das ist es ja gerade, rief ich ihm nach. Ich habe deine Pläne damals nicht durchkreuzt. Du bist zu leicht davongekommen. Das wird nicht wieder passieren. Du glaubst, ich mache mir Sorgen wegen dir? Ich bin diejenige, vor der du Angst haben musst. Kies blieb stehen und drehte sich dann langsam um. Sein Gesicht stellte eine Maske der Ungläubigkeit dar. Ich konnte ihm das nicht verübeln. Ich war selbst irgendwie überrascht. Ich erinnerte mich an keine Gelegenheit, zu der ich so offen jemanden in einer höheren Position widersprochen hatte und gewiss nicht jemanden, der so viel Macht hatte, auf meine Situation Einfluss zu nehmen. Sei vorsichtig, meinte er schließlich. Ich kann dir das Leben zur Hölle machen. Ich schenkte ihm ein eisiges Lächeln. Das hast du bereits getan, und das ist der Grund, warum ich im Vorteil bin. Du hast bereits dein Äußerstes getan, aber du hast noch nicht gesehen, wozu ich fähig bin. Es war ein großer Bluff meinerseits, vor allem da ich mir ziemlich sicher war, dass er durchaus noch Schlimmeres anstellen konnte. Soweit ich wusste, konnte er dafür sorgen, dass Zoe morgen hier erschien. Er konnte ebenso dafür sorgen, dass ich von einem Moment auf den anderen in ein Umerziehungslager geschickt wurde. Aber wenn ich stürzte, dann würde ich ihn mitreißen. Sprachlos starrte er mich einige Sekunden lang an. Ich weiß nicht, ob ich ihn tatsächlich erschreckt hatte oder ob er beschlossen hatte, mich keine Antwort zu würdigen. Aber schließlich drehte er sich um und verschwand endgültig. Zornig ging ich hinein, um den Brief im Büro abzugeben. Mrs. Dawson, die Sekretärin am Empfang, stempelte ihn ab und machte dann eine Kopie, die ich Mrs. Weathers geben sollte. Als sie sie mir reichte, fragte ich, wer ist Kelly Hayes? Mrs. Dawson's Gesicht, auf dem für gewöhnlich fröhliche Grübchen standen, wurde traurig. Dieses arme Mädchen, sie war vor einigen Jahren hier Schülerin. In meinem Gedächtnis machte etwas Klick. Ist sie das Mädchen, das Mrs. Weathers erwähnt hat? Das verschwunden ist? Mrs. Dawson nickte. Es war schrecklich. Sie war so ein liebes Mädchen, so jung. Sie hat es nicht verdient, so zu sterben. Sie hat es überhaupt nicht verdient, zu sterben. Ich hasste es, weiter zu fragen, aber ich musste es tun. Wie ist sie gestorben? Ich meine, ich weiß zwar, dass sie ermordet wurde, aber ich habe nie irgendwelche Details gehört. Was wahrscheinlich ganz gut ist. Es war ziemlich schrecklich. Mrs. Darson schaute sich um, als befürchte sie, in Schwierigkeiten zu geraten, weil sie mit einer Schülerin tratschte. Sie beugte sich über die Theke zu mir herüber und sagte mit ernstem Gesicht, »Das arme Ding ist verblutet. Man hat ihr die Kehle durchgeschnitten.« Kapitel 20 Ich hätte beinahe gefragt, »Ist das ihr Ernst?« »Aber sehen wir den Ding ins Auge.« über so etwas würde sie wahrscheinlich keine Witze machen, vor allem wenn man bedachte, wie ernst sie wirkte. Andere Fragen schossen mir durch den Kopf, aber auch die hielt ich zurück. Sie waren nicht so merkwürdig, aber ich wollte jetzt keine Aufmerksamkeit erregen, indem ich ein ungewöhnliches Interesse an einem schauerlichen Mord zeigte. Stattdessen bedankte ich mich bei Mrs. Dawson lediglich für ihre Hilfe bei dem Brief und kehrte auf den Ostcampus zurück. Mrs. Weathers saß an ihrem Schreibtisch, als ich das Wohnheim betrat. Ich brachte ihr den Brief, den sie zweimal las, bevor sie ihn in ihren Aktenschrank steckte. In Ordnung, sagte sie. Sorgen Sie nur dafür, dass Ihre Schwester sich vorher und nachher jedes Mal bei mir meldet. Das werde ich tun, Madame. Vielen Dank. Ich zögerte, hin und her gerissen, ob ich gehen oder die Fragen stellen sollte, die Mrs. Darsons Informationen wachgerufen hatten. Ich beschloss zu bleiben. Mrs. Weathers? Seit Jills Verschwinden muss ich ständig an dieses Mädchen denken, von dem sie mir erzählt haben. Das Mädchen, das gestorben ist. Ich denke die ganze Zeit, das hätte auch Jill sein können. Mrs. Weathers' Züge wurden weicher. Jill geht es gut. Ich hätte ihnen das nicht erzählen sollen. Ich wollte sie nicht erschrecken. Stimmt es, dass man dem Mädchen die Kehle aufgeschlitzt hat? Ja. Sie schüttelte traurig den Kopf. Schrecklich, einfach schrecklich. Ich weiß nicht, wer so etwas tut. Hat man je herausgefunden, warum es passiert ist? Ich meine, war irgendetwas Ungewöhnliches an ihr. Etwas Ungewöhnliches? Nein, eigentlich nicht. Ich meine, sie war ein entzückendes Mädchen, klug, hübsch, beliebt, eine gute, nein, sogar eine großartige Sportlerin hatte Freunde, einen festen Freund, aber nichts so herausragendes, was sie zu einer besonderen Zielscheibe gemacht hätte. Natürlich brauchen Leute, die so etwas Schreckliches tun, wahrscheinlich keinen Grund dafür. Allerdings, murmelte ich. Ich ging nach oben in mein Zimmer und wünschte, Mrs. Weathers hätte sich genauer ausgedrückt, wie hübsch Kelly gewesen war. Was ich wirklich wissen wollte, war, ob Kelly eine Maura gewesen war. In diesem Fall hatte ich gehofft, dass Mrs. Weathers vielleicht eine Bemerkung darüber machen würde, wie groß oder bleich sie gewesen war. Nach Clarence Meinung und den Berichten der Alchemisten hatte kein registrierter Maurer im Gebiet von Palm Springs gelebt. Das bedeutete jedoch nicht, dass nicht doch jemand durch die Maschen hätte schlüpfen können. Ich würde es selbst herausfinden müssen. Wenn Kelly eine Maurer gewesen war. Dann waren jetzt drei junge Mora-Frauen innerhalb relativ kurzer Zeit in Südkalifornien auf die gleiche Weise getötet worden. Clarence mochte für seine Vampirjäger-Theorie argumentieren, aber für mich schrie dieses Muster nach Strigoy. Wegen ihres Hausarrests war Jill auf unserem Zimmer. Je mehr Zeit verstrich, desto weniger wütend war ich auf sie. Die Tatsache, dass ich das Problem mit der Nahrungsaufnahme gelöst hatte, war dabei hilfreich. Es hätte mich viel mehr aufgeregt, wenn wir nicht in der Lage gewesen wären, sie vom Campus wegzubringen. Was ist los? fragte sie mich und schaute von ihrem Laptop auf. Warum soll was los sein? Sie lächelte. Du hast diesen Blick. Es ist diese winzige Falte zwischen den Augenbrauen, die du immer bekommst, wenn du etwas rausfinden willst. Ich schüttelte den Kopf. Es ist aber nichts. Weißt du? erwiderte sie. Vielleicht wären all diese Verpflichtungen, die du hast, nicht so schlimm, wenn du mit anderen Leuten darüber sprechen und dir von ihnen helfen lassen würdest. Ganz so ist es nicht. Es ist einfach etwas, das ich herauszufinden versuche. Erzähl es mir, bat sie. Du kannst mir vertrauen. Es war keine Frage des Vertrauens. Es ging darum, Jill nicht unnötig aufzuregen. Mrs. Weathers hatte befürchtet, dass sie mir Angst machen würde, aber wenn jemand Maura-Mädchen tötete, war nicht ich in Gefahr. Während ich Jill und ihren steten Blick so betrachtete, kam ich zu dem Schluss, dass sie auch mit dieser Sache würde fertig werden können, wenn sie schon mit dem Wissen leben konnte, dass ihre eigenen Leute sie umbringen wollten. Also gab ich ihr einen kurzen Überblick über das, was ich wusste. »Aber du weißt nicht, ob Kelly eine Maura war?« erklärte sie, sobald ich fertig war. Nein, das ist hier die entscheidende Information. Ich setzte mich mit meinem eigenen Laptop im Schneidersitz auf mein Bett. Ich werde unsere Dateien und die der Lokalzeitung durchsuchen und nachsehen, ob ich ein Foto von ihr finde. Von Mrs. Weathers habe ich nur erfahren, dass Kelly eine herausragende Sportlerin war. Was bedeuten könnte, dass sie keine Maurer gewesen ist, meinte Jill. Ich meine, sieh dir nur an, wie jämmerlich meine Leistungen in dieser Sonne sind. Was passiert, wenn sie keine Maura war? Viele deiner Theorien hängen davon ab, dass sie eine war. Aber was ist, wenn sie ein Mensch war? Was dann? Können wir es ignorieren? Es könnte trotzdem dieselbe Person sein. Aber was würde es bedeuten, wenn der Mörder zwei Maura und einen Menschen getötet hätte? Damit hatte Jill nicht ganz unrecht. Keine Ahnung, antwortete ich. Meine Suche dauerte nicht lange. Die Alchemisten hatten keine Unterlagen über den Mord, hätten aber andererseits, falls Caddy ein Mensch gewesen war, auch keine gehabt. Jede Menge Zeitungen hatten Geschichten über sie gebracht, doch ich konnte keine Fotos finden. Was ist mit einem Jahrbuch? fragte Jill. Irgendwer muss sie doch hier aufbewahren. Das ist tatsächlich ziemlich genial, sagte ich. Siehst du, ich habe dir gesagt, dass ich nützlich bin. Ich lächelte sie an. Dann fiel mir etwas ein. Oh, ich habe gute Neuigkeiten für dich, vielleicht. Ich fasste kurz Christins und Julias Plan zusammen, Jill solle sich dem Nähclub anschließen. Ihre Miene hellte sich auf, aber sie war immer noch vorsichtig. Meinst du wirklich, das würde funktionieren? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Nähmaschine angefasst meinte sie. Ich schätze, dies ist deine Chance, es zu lernen, erwiderte ich. Oder vielleicht werden die anderen Mädchen auch einfach glücklich darüber sein, dich als ihr Kursmodel dabei zu haben. Jill grinste. Woher weißt du, dass ich nur Mädchen für diesen Club einschreiben? Das weiß ich überhaupt nicht, gab ich zu. Ich habe lediglich die Geschlechtsstereotypen benutzt, glaube ich. Mein Handy klingelte und im Display blitzte Mr Willigers Nummer auf. Ich nahm den Anruf entgegen und machte mich auf einen Kaffeeausflug gefasst. Miss Melbourne, fragte sie, wenn Sie und Ihr Bruder innerhalb einer Stunde am Carlton College sein können, könnten Sie mit jemandem aus dem Studiensekretariat sprechen, bevor es schließt. Schaffen Sie das? Ich warf einen Blick auf die Uhr und ging einfach davon aus, dass Adrian gerade nichts Wichtiges tat. Ähm, ja, ja natürlich, Madame. Danke. Herzlichen Dank. Der Mann, mit dem Sie reden müssen, heißt Wes Regan. Sie hielt inne. Und könnten Sie mir auf dem Rückweg einen Cappuccino mitbringen? Ich versicherte ihr, dass ich es konnte, dann rief ich Adrian an und instruierte ihn, sich fertig zu machen. Anschließend tauschte ich schnell meine Uniform gegen die andere Kombi aus Bluse und Rock. Nach einem Blick in den Spiegel begriff ich, dass Adrian recht hatte. Es bestand wirklich kein großer Unterschied zwischen der Amberwood-Ausstattung und meiner üblichen Garderobe. Ich wünschte, ich könnte mitfahren, sagte Jill sehnsüchtig. Ich würde Adrian gern wiedersehen. Siehst du ihn in gewisser Weise nicht jeden Tag? Stimmt, antwortete sie. Obwohl ich jetzt noch nicht immer in seinen Kopf gelangen kann, wenn ich es will. Es geschieht einfach zufällig. Und außerdem ist es nicht dasselbe. Er kann mir durch das Band schließlich nicht antworten. Ich hätte beinahe erwidert, dass das besser klang, als persönlich mit ihm zusammen zu sein, fand aber, dass es nicht hilfreich sein würde. Adrian war abmarschbereit, als ich bei Clarence eintraf. Er war aufgeregt und wollte handeln. Du hast gerade deinen Freund verpasst, meinte er, als er in Latte stieg. Wen? Keith. Ich verzog das Gesicht. Er ist nicht so richtig mein Freund. Oh, wirklich? Das haben die meisten von uns bereits am Tag eins geschnallt, Sage. Ich hatte deswegen ein etwas mieses Gefühl. Irgendein Teil von mir wusste, dass meine persönlichen Gefühle Kies gegenüber keinen Einfluss auf unsere geschäftliche Beziehung haben durften. Wir waren doch irgendwie Kollegen und sollten eine geeignete, professionelle Front bilden. Gleichzeitig war ich froh darüber, dass diese Leute, selbst wenn sie Vampire und Vampire sein mochten, nicht der Meinung waren, ich sei mit Kies befreundet. Sie sollten nicht glauben, dass er und ich viel gemeinsam hatten. Ganz bestimmt wollte ich nicht viel mit ihm gemeinsam haben. Plötzlich wurde mir die volle Bedeutung von Adrians Worten bewusst. Moment mal, er war gerade hier? Vor einer halben Stunde. Er musste direkt von der Schule hergefahren sein. Ich hatte Glück, dass ich ihn verpasst hatte. Irgendetwas sagte mir, dass er etwas dagegen gehabt hätte, wenn ich Adrians Ausbildung förderte. Weshalb war er hier? Keine Ahnung. Ich vermute, er hat Clarence besucht. Dem alten Mann geht's nicht gut. Adrian zog ein Päckchen Zigaretten aus der Tasche. Hast du was dagegen? Ja, erwiderte ich. Was ist mit Clarence los? Ich weiß es nicht, aber er ruht sich so oft aus, weswegen es noch langweiliger ist. Ich meine, er war auch so nicht richtig der großartigste Gesprächspartner, aber einige seiner verrückten Geschichten waren schon interessant. Adrians Gesicht bekam einen sehnsüchtigen Ausdruck. Vor allem mit Scotch. Halte mich darüber auf dem Laufenden, wie es ihm geht, murmelte ich. Ich fragte mich, ob das vielleicht der Grund war, warum Keith es vorhin so eilig gehabt hatte. Wenn Clarence ernsthaft erkrankt war, müssten wir einen Mauerarzt hinzuziehen. Dadurch würde unser Spiel hier in Palm Springs noch komplizierter werden, weil wir entweder Clarence wegbringen oder irgendjemanden herholen müssten. Wenn Kies daran arbeitete, hätte ich mir deswegen eigentlich keine Sorgen machen sollen. Aber ich hielt ihn einfach in jeder Hinsicht für ziemlich unfähig. Ich weiß gar nicht, wie du ihn ertragen kannst, meinte Adrian. Ich habe immer geglaubt, du bist schwach und wehrst dich einfach nicht. Aber ehrlich, jetzt meine ich eher, dass du tatsächlich ziemlich tough bist. Es gehört höllisch viel Kraft dazu, sich nicht zu beschweren und um sich zu schlagen. Ich habe diese Selbstbeherrschung nicht. Du hast mehr, als du glaubst, widersprach ich, von dem Kompliment leicht aus der Fassung gebracht. Ich war manchmal so deprimiert, weil ich mich nicht wehrte, dass es mir nie in den Sinn gekommen war, dazu könnte eine eigene Art von Stärke nötig sein. Noch überraschender fand ich, dass es Adrian bedurft hatte, mich mit der Nase draufzustoßen. Ich halte mich immer an die Regeln. Mein Dad und die Alchemisten stehen ganz auf Gehorsam, und um dass man die Anweisungen seiner Vorgesetzten befolgt, ich bin irgendwie in einer Zwickmühle, weil ich mich bei dir auf unsicherem Grund bewege. Daher ist es doppelt wichtig für mich, keinen Wirbel zu machen. Wegen Rose? Sein Ton verwirkte sorgfältig beherrscht. Ich nickte. Yep. Was ich getan habe, kommt in ihren Augen einem Hochverrat gleich. Ich weiß nicht, was Hochverrat bedeutet, aber es klingt ziemlich ernst. Ich sah, dass er mich aus dem Augenwinkel musterte. War es das wert? Bisher ja. Es war leicht, das zu sagen, da Zoe noch keine Tätowierung bekommen hatte und ich nicht in ein Umerziehungslager geschickt worden war. Wenn sich das änderte, würden sich vielleicht auch meine Antworten ändern. Es war richtig. Ich nehme an, es hat dramatische Taten gerechtfertigt. Ich habe auch eine Menge Regeln gebrochen, um Rose zu helfen, sagte er besorgt. Ich habe es aus Liebe getan. Eine irre geleitete Liebe zwar, aber trotzdem Liebe. Ich weiß nicht, ob das nobler ist als deine Gründe, vor allem, da sie in jemand anderen verliebt war. Die meisten meiner dramatischen Taten haben nicht mal einem bestimmten Zweck gedient. Im Wesentlichen wollte ich damit meine Eltern ärgern. Ich ertappte mich dabei, dass ich tatsächlich etwas neidisch darauf war. Ich konnte mir nicht vorstellen, bewusst etwas zu tun, um eine Reaktion meines Dads zu erhalten, obwohl ich den Wunsch gewiss gehabt hätte. Meiner Ansicht nach ist Liebe schon ein nobler Grund erwiderte ich. Ich sprach natürlich sachlich. Ich war noch nie verliebt gewesen und hatte keinen Bezugspunkt, um das wirklich zu beurteilen. Basierend auf dem, was ich bei anderen beobachtet hatte, vermutete ich, dass sie etwas Umwerfendes war. Aber für den Augenblick war ich zu sehr mit meinem Job beschäftigt, dass mir ihr Fehlen aufgefallen wäre. Ich fragte mich, ob ich darüber enttäuscht sein sollte. Und ich glaube, du hast jede Menge Zeit, um noch andere noble Dinge zu tun. Er lachte leise. Ich hätte nie gedacht, dass mein größter Cheerleader jemand sein würde, der mich für böse und unnatürlich hält. Womit wir schon zu zweit waren. Widerstrebend gelang es mir, eine Frage zu stellen, die längst in mir gebrannt hatte. Liebst du sie immer noch, Rose? Da ich nicht wusste, wie es sich anfühlte, verliebt zu sein, hatte ich auch keine Ahnung, wie lange es dauerte, um sich von der Liebe zu erholen. Adrians Lächeln erlosch. Sein Blick kehrte sich nach innen. Ja, nein, es ist schwer, über so jemanden hinwegzukommen. Sie hatte eine gewaltige Wirkung auf mich, sowohl im Guten wie im Schlechten. Das lässt sich schwer überwinden. Ich bemühe mich nicht allzu oft an sie zu denken, weder im Sinne von Liebe noch von Hass. Im Wesentlichen versuche ich mein Leben weiterzuleben, leider mit gemischten Ergebnissen. Wir hatten das College bald erreicht. Wes Regan war ein massiger Mann mit einem grau-milierten Bart und arbeitete im Studentensekretariat des Carlton College. Mr. Williger hatte Wes' Nichte einen Sommer lang kostenlos unterrichtet und darum hatte Wes das Gefühl, ihr ein Gefallen schuldig zu sein. »Folgender Deal«, sagte er, sobald wir ihm gegenüber saßen. Adrian trug Khaki-Hosen und ein seilbeifarbenes Hemd, dass für die Vorstellungsgespräche großartig gewesen wäre. Jetzt kam es etwas zu spät. Ich kann sie nicht einfach reinschreiben. College-Bewerbungen sind lang und erfordern Schülerstammblätter, und das können sie unmöglich in zwei Tagen erledigen. Ich kann sie allerdings als Gasthörer aufnehmen. Wie bei der Steuerbehörde? Nein. Gasthörer bedeutet, dass Sie am Unterricht teilnehmen und die erforderlichen Arbeiten anfertigen, aber keine Noten dafür bekommen. Adrian öffnete den Mund, um etwas zu sagen. Ich konnte mir nur vorstellen, was er dazu sagen wollte. Arbeit zu leisten, ohne Anerkennung dafür zu bekommen. Eilig kam ich ihm zuvor. Und was dann? Dann, wenn Sie in. oh, ein oder zwei Wochen eine Bewerbung zusammenschustern können und angenommen werden, dann kann ich Ihnen rückwirkend einen Studentenstatus verschaffen. Was ist mit finanzieller Unterstützung? fragte Adrian und beugte sich vor. Kann ich etwas Geld dafür bekommen? Wenn Sie sich qualifizieren, antwortete Wes. Aber Sie können erst dann einen Antrag stellen, wenn Sie angenommen werden. Adrian sagte zurück, und ich konnte seine Gedanken erraten. Wenn es zwei Wochen dauern würde, bis er sich einschreiben konnte, würde es zweifellos auch eine Verzögerung beim Antrag auf finanzielle Unterstützung geben. Adrian hatte vier oder mehr Wochen vor sich, in denen er bei Clarence leben musste, und das war wahrscheinlich noch eine optimistische Einschätzung. Ich rechnete halb damit, dass Adrian aufstehen und alles ablehnen würde. Stattdessen zeigte sich aber Entschlossenheit auf seinem Gesicht. Er nickte. Okay, fangen wir mit diesem Gasthörerding an. Ich war beeindruckt. Außerdem war ich neidisch, als West den Kurskatalog hervorholte. Ich hatte mich mit den Kursen an der Emberwood zufrieden gegeben, aber ein Blick auf echte College-Angebote zeigte mir, dass Welten zwischen den beiden Schulen lagen. Die Geschichtskurse waren konzentrierter und gingen tiefer als alles, was ich mir hätte vorstellen können. Adrian hatte jedoch kein Interesse an diesen Kursen. Er legte es sofort auf die Fakultät für Kunst an. Am Ende schrieb er sich für zwei Einführungskurse in Öl- und Aquarellmalerei ein. Sie fanden dreimal die Woche statt und folgten stets unmittelbar aufeinander. Das ist eine Erleichterung, wenn ich mit dem Bus herkomme, erklärte er mir beim Aufbruch. Ich sah ihn verblüfft an. Du nimmst den Bus? Mein Erstaunen schien ihn zu belustigen. Was sonst? Die Veranstaltungen finden tagsüber statt. Du kannst mich doch nicht hinfahren. Ich dachte an Clarence' abgelegenes Haus. Wo um alles in der Welt willst du einen Bus herbekommen? Ungefähr eine halbe Meile entfernt liegt eine Haltestelle. Sie hat eine Verbindung zu einer anderen Linie, die nach Carlton fährt. Die ganze Fahrt dauert ungefähr eine Stunde. Ich muss gestehen, das machte mich sprachlos. Es erstaunte mich, dass Adrian so viel herausgefunden hatte und erst recht, dass er diese Mühe bereitwillig auf sich nehmen wollte. Doch auf der Rückfahrt kam von ihm kein einziges Wort der Klage darüber, wie unbequem es wäre oder wie lange er warten müsste, bis er bei Clarence ausziehen könnte. Als ich wieder in der Emberwood ankam, brannte ich darauf, Jill die Neuigkeiten über Adrians Erfolg am College zu überbringen. Nicht, dass sie dazu mich gebraucht hätte. Über das Band würde sie wahrscheinlich ohnehin schon mehr wissen als ich. Trotzdem machte sie sich immer Sorgen um ihn und mochte sich zweifellos freuen, dass etwas gut für ihn lief. Bei meiner Rückkehr war Jill nicht in unserem Zimmer. Aber eine Notiz informierte mich darüber, dass sie anderswo im Wohnheim lernte. Der einzig positive Teil ihrer Strafe war der, dass sie sich nur an begrenzten Orten aufhalten konnte. Ich beschloss, diese Gelegenheit zu nutzen, um Mr. Willigers verrücktes Amulett herzustellen. Ich hatte die meisten der notwendigen Zutaten erworben und mit Erlaubnis des Geologielehrers hatte mir Mr. Williger Zugang zu einem der Chemielabors verschafft. So spät am Abend war niemand mehr dort, daher hatte ich reichlich Platz und Ruhe um das Gebräu zusammenzumischen. Wie wir bemerkt hatten, waren die Anweisungen extrem detailliert und, meiner Meinung nach, überflüssig. Es reichte nicht aus, einfach die Nesselblätter abzuwiegen, die Anweisungen verlangten, dass sie eine Stunde ruhten, während ich alle zehn Minuten zu ihnen sagen sollte, mit der Flamme sei getränkt. Außerdem musste ich den Achat kochen, um ihn mit Hitze zu tränken. Die übrigen Anweisungen waren ähnlich und mir war sofort klar, dass Mr. Williger unmöglich wissen konnte, ob ich alles buchstabengetreu befolgt hatte. Insbesondere die Beschwörungen. Trotzdem, der ganze Sinn dieser Nummer bestand darin zu berichten, wie es war, ein Magier alter Zeiten zu sein. Also befolgte ich pflichtschuldigst alle Anweisungen und konzentrierte mich darauf, sämtliche Schritte perfekt nachzuvollziehen, so dass ich bald in eine Art Trance fiel, in der nichts außer dem Zauber existierte. Über zwei Stunden später war ich dann fertig und überrascht darüber, wie erschöpft ich mich fühlte. Das Ergebnis rechtfertigte gewiss nicht all die Energie, die ich hineingesteckt hatte. Übrig blieb mir eine Lederschnur, an der ein mit Blättern und Steinen gefüllter Seidenbeutel hing. Ich kutschierte ihn und meine Notizen zurück zu meinem Wohnheimzimmer, wo ich mich an meinen Bericht für Mr. Williger setzen wollte, damit ich diese Aufgabe erledigt hätte. Als ich mein Zimmer erreichte, schnappte ich beim Anblick der Tür nach Luft. Irgendwer hatte über die ganze Fläche Fledermäuse und Gesichter mit Reißzähnen gemalt, mit roter Farbe. Quer über die Außenseite stand in großen Blockbuchstaben das Wort Vampirmädchen. Voller Panik stürzte ich in den Raum. Jill war dort. Zusammen mit Mrs. Weather's und einer anderen Lehrerin, die ich nicht kannte. Beide gingen unsere Sachen durch. Ich sah mich ungläubig um. Was ist hier los? fragte ich. Jill schüttelte den Kopf. Ihre Miene wirkte gequält. Sie konnte nicht antworten. Anscheinend war ich am Schluss der Durchsuchung eingetroffen, weil Mrs. Weather's und ihre Kollegin bald fertig wurden und zur Tür ging. Ich war froh, dass ich meine Alchemistenvorräte am vergangenen Abend mit ins Labor genommen hatte. Die Ausrüstung erhielt einige Messbecher, die ich mitgenommen hatte, weil ich sie vielleicht benötigen würde. Gewiss wollte ich den Wohnheimbehörden nicht erklären, warum ich einen Vorrat an Chemikalien besaß. Nun, sagte Mrs. Weathers streng, hier scheint nichts zu sein, aber später werde ich vielleicht noch eine weitere unangemeldete Durchsuchung vornehmen. Also kommen Sie nicht auf irgendwelche dummen Ideen. Sie haben schon so genug Ärger. Sie seufzte und schüttelte den Kopf. Ich bin sehr enttäuscht von Ihnen, Miss Melrose. Jill erbleichte. Ich sage Ihnen doch, das war alles ein Irrtum. Wollen wir es hoffen? erwiderte Mrs. Weathers unheilverkündend. Wollen wir es hoffen? Ich hätte große Lust, Sie diesen Vandalismus da draußen sauber machen zu lassen. Aber weil es keine handfesten Beweise gibt, na, das soll dann morgen der Hausmeister erledigen. Gleich nachdem unsere Besucher gegangen waren, fragte ich Was ist passiert? Jill ließ sich rückwärts auf ihr Bett fallen und stöhnte. Laurel ist passiert. Ich setzte mich. Erklär mir das. Also, ich habe in der Bibliothek angerufen, um festzustellen, ob sie irgendwelche Jahrbücher hätten, die mit Kelly Hayes. Wie sich herausstellte, haben sie die normalerweise, aber die Leute vom Zeitungsprojekt haben sie alle für eine Jubiläumsausgabe über Emberwood ausgeliehen. Und du wirst niemals glauben, wer dieses Projekt leitet. Laurel. Du hast recht, sagte ich. Das hätte ich nie erraten. Ist sie nicht im Grundkurs Englisch? Laurel war eine Oberklässlerin. Yep. Ich schätze, jeder braucht ein Wahlfach, murmelte ich. Jill nickte. Wie dem auch sei. Miss Yamani war im Gebäude, da bin ich zu ihr gegangen, um mit ihr darüber zu sprechen, dem Nähclub beizutreten und für Lia zu arbeiten. Sie war ganz aufgeregt und sagte, sie werde es arrangieren. Na, das ist doch immerhin etwas, meinte ich vorsichtig, immer noch unsicher, was das alles mit Vandalismus und der Durchsuchung unseres Zimmers zu tun haben sollte. Als ich zurückkam, bin ich im Flur Laurel begegnet. Ich beschloss, ein Risiko einzugehen und bin zu ihr gegangen und habe gesagt, hör mal, ich weiß, wir hatten unsere Meinungsverschiedenheiten, aber ich könnte wirklich etwas Hilfe gebrauchen. Dann habe ich erklärt, dass ich die Jahrbücher brauche und gefragt, ob ich sie mir nur für den Abend ausleihen könnte und dass ich ihr sie sofort zurückbringen würde. Darauf erwiderte ich nichts. Es war gewiss nobel und mutig von Jill gewesen, das zu tun, vor allem nachdem ich sie ermutigt hatte, es besser zu machen als Laurel. Leider musste ich davon ausgehen, dass Laurel sich ihrerseits nicht zu so erwachsen verhielte. Ich hatte recht. Sie hat mir mit sehr, nun mit besonders ausdrücklichen Worten erklärt, dass ich diese Jahrbücher niemals bekäme. Jill runzelte die Stirn. Sie hat mir auch noch ein paar andere Dinge gesagt. Da habe ich sie ein rabiates Missstück genannt. Ich hätte das wahrscheinlich nicht tun sollen, aber naja, sie hat es verdient. Wie auch immer, sie ist zu Mrs. Weathers gegangen mit einer Flasche, ich weiß nicht, ich glaube es war Himbeerschnaps. Sie hat behauptet, ich hätte ihn ihr verkauft und hätte noch mehr davon in meinem Zimmer. Mrs. Weathers konnte mich ohne konkrete Beweise nicht bestrafen, aber nachdem Miss Chang mich am ersten Tag beschuldigt hatte, verkatert zu sein, fand Mrs. Weathers, das sei ausreichend für eine Zimmerdurchsuchung. Ich schüttelte ungläubig den Kopf und Wut stieg in mir auf. Für eine so elitäre, angesehene Schule ist die emberbo ziemlich schnell damit bei der Hand, sich auf alle Anschuldigungen zu stürzen, die jemand erhebt. Ich meine, sie glauben einfach alles, was irgendwer von dir behauptet. Und woher kommt die Farbe da draußen? Tränen der Frustration glänzten in ihren Augen. Oh, Lowell natürlich. Oder nun eine ihrer Freundinnen. Es geschah, während Lowell mit Mrs. Weather's sprach. da hat sie natürlich ein Alibi. Du glaubst doch nicht. Du glaubst doch nicht, dass jemand etwas ahnt, oder? Du hast gesagt, es sei lediglich ein gemeiner Scherz. Und Menschen glauben nicht einmal an uns. Stimmt's? Stimmt, antwortete ich automatisch. Aber allmählich begann ich doch mir Fragen zu stellen. Seit diesem Telefongespräch mit meinem Vater, als ich erwähnt hatte, es gebe Menschen, die Verdacht geschöpft hätten und sich nicht zum Schweigen bringen ließen, hatte ich mich gefragt, ob ich vielleicht zu schnell damit bei der Hand gewesen war. Laurel's Neckerei als Witz abzutun. Probierte sie es einfach mit einem grausamen Scherz? Oder war sie einer dieser Menschen, die etwas von der Vampirwelt ahnten und vielleicht großen Krach deswegen schlagen würden? Ich bezweifelte zwar, dass ihr jemand glauben würde, aber wir durften auf keinen Fall das Risiko eingehen, dass jemand auf uns aufmerksam würde, der es dann doch glaubte. Ist es möglich, dass sie Jill wirklich für einen Vampir hält? Jills Trübseligkeit verwandelte sich in Wut. Vielleicht sollte ich etwas wegen Laurel unternehmen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, ihr eins auszuwischen, als gefrierendes Wasser. Nein, protestierte ich schnell. Lass dich nicht auf ihr Niveau herab. Rache ist schäbig, und du weißt es wirklich besser. Außerdem dachte ich, würde Laurel, wenn es zu weiteren übernatürlichen Aktivitäten käme, vielleicht begreifen, dass ihre neckischen Bemerkungen fundierter waren, als sie ursprünglich gedacht hatte. Jill warf mir ein trauriges Lächeln zu. Das sagst du immer wieder. Aber meinst du nicht, dass man wegen Laurel etwas unternehmen muss? Oh ja, das meinte ich ganz bestimmt. Das hier war zu weit gegangen und es war ein Fehler von mir gewesen, es durchgehen zu lassen. Jill hatte recht, dass es andere Methoden gab, ihr eins auszuwischen. Und ich hatte ebenfalls recht, dass Rache schäbig war und Jill sich damit nicht besudeln sollte. Das war der Grund, warum ich es tun würde. Ich werde mich darum kümmern versicherte ich ihr. Ich. ich werde dafür sorgen, dass die Alchemisten eine Beschwerde unserer Eltern einreichen. Sie sah mich zweifelnd an. Meinst du, das wird die Sache in Ordnung bringen? Unbedingt, antwortete ich. Denn diese Beschwerde würde eins drauflegen. Ein Blick auf meine Armbanduhr sagte mir, dass es zu spät war, um ins Labor zurückzukehren. Kein Problem. Ich stellte einfach meinen Wecker besonders früh, um aufzustehen und ins Labor zu gehen, bevor der Unterricht begann. Ich hatte noch ein weiteres Experiment vor mir und Laurel würde mein Versuchskaninchen sein. Kapitel 21 Was ich brauchte, ließ ich einfach zusammenmischen. Es dorthin zu schaffen, wo ich es brauchte, dauerte einige Tage. Zuerst musste ich darauf achten, was für ein Shampoo Laurel in der Dusche der Turnhalle benutzte. Die Schule stellte natürlich Shampoo und Conditioner bereit, aber Laurel würde ihr kostbares Haar sicher nicht etwas so alltäglichem anvertrauen. Sobald ich ihre Marke kannte, spürte ich sie in der Drogerie am Ort auf und leerte den kostbaren Inhalt in den Ausguss. Stattdessen füllte ich die Flaschen mit einem selbstgemachten Gebräu. Als nächstes musste ich sie gegen Laurels eigene Flaschen austauschen. Dafür rekrutierte ich Christine. Ihr Schließfach befand sich in der Turnhalle neben dem von Laurel, und sie war nur allzu gern bereit, mir zu helfen. Zum Teil lag es daran, dass sie unsere Abneigung gegen Laurel teilte. Aber seit ich sie vor ihrer Reaktion auf die Tätowierung gerettet hatte, hatte Christine außerdem beteuert, dass sie mir etwas schuldig sei und mir Rückendeckung geben wollte, wenn ich sie brauchte. Mir gefiel die Idee nicht, dass sie in meiner Schuld stand, aber ihre Unterstützung war praktisch. Sie fand einen Moment, in dem Laurel von ihrem unverschlossenen Schließfach wegsah und nahm heimlich den Austausch vor. Danach mussten wir lediglich darauf achten, dass Laurel das nächste Mal das Shampoo benutzte, um die Resultate meines Werks zu sehen. In der Zwischenzeit erzielte mein anderes Laborexperiment nicht ganz die erwartete Reaktion. Mr. Williger nahm zwar meinen Bericht an, aber nicht das Amulett. »Ich habe keine Verwendung dafür«, bemerkte sie und sah von den Papieren auf, die ich ihr gereicht hatte. »Na ja, ich habe bestimmt auch keine Verwendung dafür, Madame.« Sie legte die Papiere beiseite. »Das stimmt alles? Sie sind jeden Schritt präzise gefolgt? Ich könnte es gewiss nicht feststellen, wenn Sie einige der Details gefälscht hätten.« Ich schüttelte den Kopf. Nein, ich bin jedem Schritt gefolgt. Na gut, sieht so aus, als hätten Sie jetzt ein Amulett zum Feuer machen. Madame, protestierte ich. Sie grinste. Was sagen die Anweisungen? Werfen Sie es und rezitieren Sie die letzte Beschwörung? Wissen Sie sie noch? Entflamme, entflamme, sagte ich prompt. Nachdem ich den Zauber zuerst für Ihre Notizen abgetippt und ihn dann erneut hergestellt hatte, war es nicht allzu schwer, mir Einzelheiten einzuprägen. Dem Buch zufolge, das die englische Übersetzung eines lateinischen Textes war, spielte die Sprache keine Rolle, solange die Bedeutung der Worte klar war. Also bitte sehr, probieren Sie es demnächst mal aus und stellen Sie fest, was passiert. Stecken Sie nur bitte kein Schuleigentum in Brand, das macht sich nicht gut. Ich hielt das Amulett an der Schnur hoch. Aber es ist nicht echt. Es ist Unsinn, ein Haufen Müll, den ich in einen Beutel geworfen habe. Sie zuckte die Achseln. Wer sind wir, an den Alten zu zweifeln? Ich starrte sie an und versuchte herauszufinden, ob sie scherzte. Ich hatte vom ersten Tag an gewusst, dass sie exzentrisch war, aber sie hatte trotzdem immer den Eindruck einer ernsthaften Gelehrten auf mich gemacht. Sie können das nicht glauben. Solche Magie. Ist nicht wirklich. Ohne nachzudenken fügte ich hinzu. Selbst wenn es anders wäre, Madame, es wäre für Menschen nicht richtig, mit solchen Treffen herumzufuschen. Mr. Williger schwieg eine Sekunde lang. Glauben Sie das wirklich? Ich befingerte das Kreuz an meinem Hals. So wurde ich erzogen. Verstanden. Nun, Sie dürfen mit dem Amulett machen, was Sie wollen. Werfen Sie es weg, spenden Sie es, experimentieren Sie damit, wie auch immer. Diesen Bericht hier brauche ich für mein Buch. Danke, dass Sie Ihre Zeit geopfert haben. Wie immer haben Sie mehr getan, als ich von Ihnen verlangt habe. Als ich ging, steckte ich das Amulett in meine Handtasche und wusste wirklich nicht so recht, was ich damit anstellen sollte. Es war nutzlos. Und doch hat es mich eine Menge Zeit gekostet. Ich war enttäuscht, dass es keine größere Bedeutung in ihren Nachforschungen haben würde. All diese Mühe war umsonst. Das letzte meiner Projekte jedoch zeigte am nächsten Tag Wirkung. Im Grundkurs Chemie kam Greg Slade und einige seiner Freunde in die Klasse geeilt, gerade als es läutete. Unser Lehrer warf ihnen einen warnenden Blick zu, aber sie bemerkten es nicht einmal. Slade gab mit seiner Adler-Tätowierung an und entblößte sie so, dass alle sie sehen konnten. Die Tinte glänzte wie der Silbern. Einer seiner Freunde neben ihm zeigte ebenfalls stolz eine andere Silbertätowierung. Ein paar stilierter, überkreuzter Dolche. Das war nur geringfügig weniger geschmacklos als der Adler. Es war genau der Freund, der sich Anfang der Woche darum gesorgt hatte, keine Tätowierung bekommen zu können. Anscheinend war die Sache mit dem Lieferanten geregelt. Interessant. Ich hatte mit meinem Bericht für die Alchemisten zum Teil deshalb gewartet, weil ich sehen wollte, ob Nevermore ersetzen würde, was ich gestohlen hatte. Es ist Wahnsinn, sagte Slade's Freund. Das Adrenalin. Ich weiß. Slade stieß seine Faust gegen die seines Freundes. Gerade rechtzeitig für morgen. Trey beobachtete sie mit düsterer Miene. Was ist denn morgen? flüsterte ich ihm zu. Er beäugte die beiden noch einige Sekunden lang verächtlich, bevor er sich wieder zu mir umdrehte. Lebst du hinterm Mond? Unser erstes Heimspiel. Natürlich, erwiderte ich. Meine Highschool-Erfahrung wäre ohne den unvermeintlichen Football-Hype nicht komplett gewesen. Da hab ich jetzt was von, murrte er. Deine Verbände sind runter, bemerkte ich. Ja, aber der Trainer zwingt mich immer noch dazu, es ruhig angehen zu lassen. Außerdem bin ich jetzt ein fünftes Rad am Wagen. Er deutete mit dem Kopf auf Slade und seinen Freund. Wie kommt es, dass Sie deswegen keinen Ärger kriegen? Sie geben sich keine Mühe mehr, sie zu verbergen. An dieser Schule herrscht keine Disziplin. Wir leben praktisch in einer Anarchie. Ich lächelte. Praktisch. Weißt du, dein Bruder sollte in der Mannschaft sein. Ich habe ihn beim Sport gesehen. Er könnte ein Star sein, wenn er sich Mühe machen würde, sich für einen Kurs zu bewerben. Er lenkt nicht gern Aufmerksamkeit auf sich, erklärte ich. Aber das Spiel wird er sich wahrscheinlich ansehen. Wirst du zu dem Spiel gehen? Wahrscheinlich nicht. Trey zog eine Augenbraue hoch. Ein heißes Date? Nein. Aber ich also ich stehe einfach nicht auf Sportveranstaltungen, und ich habe das Gefühl, ich sollte bei Jill bleiben. Du wirst nicht mal hingehen, um mich anzufeuern? Du brauchst doch wirklich nicht von mir angefeuert zu werden. Trey warf mir einen enttäuschten Blick zu. Vielleicht ist es ja ganz gut so, meinte er, da du ohnehin nicht sehen würdest, wie ich glänze. Das ist schade, stimmte ich ihm zu. Oh, lass den Sarkasmus, er seufzte. Mein Dad wird sich furchtbar aufregen. Es gibt Erwartungen in der Familie. Nun ja, das konnte ich verstehen. Ist er auch Footballspieler? Nein, es geht weniger um den Football selbst, als darum, sich körperlich hervorragend in Form zu halten, zu glänzen, bereit zu sein, von einem Moment auf den anderen bei Fuß zu stehen. Der Beste in der Mannschaft zu sein, das war immer eine Möglichkeit, ihn stolz zu machen, bis diese Tätowierungen aufkamen. Du bist auch ohne die Hilfe einer Tätowierung gut. Er sollte trotzdem stolz auf dich sein, sagte ich. Du kennst meinen Vater nicht. Nein. Aber ich glaube, ich kenne jemanden, der genauso ist wie er. Ich lächelte. Weißt du? Vielleicht muss ich doch mal zu einem Fußballspiel gehen. Trey erwiderte einfach mein Lächeln. Dann begann der Unterricht. Der Tag verging ereignislos. Aber sobald ich den Umkleideraum für den Sportunterricht betrat, kam Jill herbeigelaufen. Ich habe was von Leah gehört. Sie hat gefragt, ob ich heute Abend vorbeikommen könnte. Sie probt regelmäßig mit den anderen Models, meinte aber, ich könnte eine Einzelstunde brauchen, da ich keine Erfahrung habe. Natürlich ist die Sache, die ich. Du weißt schon, jemand muss fahren. Denkst du, ich meine, könntest du... Natürlich, antwortete ich. Deswegen bin ich doch hier. Danke, Sydney. Zu meiner großen Überraschung schloss sie mich in die Arme. Ich weiß, du hast keinen Grund mehr zu helfen nach allem, was ich getan habe, aber... Schon gut, schon gut sagte ich und tätschelte ihr unbeholfen die Schulter. Dann atmete ich tief durch. Nimm es als Jills Umarmung und nicht als die Umarmung eines Vampirs. Ich bin froh, dass ich helfen kann. Wollt ihr zwei gern allein sein? höhnte Laurel, die mit ihrem Gefolge hereinstolziert kam. Ich wusste immer schon, dass mit eurer Familie etwas nicht stimmt. Jill und ich lösten uns voneinander und sie errötete woraufhin die anderen Mädchen nur umso mehr lachten. Gott, ich hasse sie, sagte sie, als sie außer Hörweite waren. Ich will ihr wirklich eins auswischen. Nur Geduld, murmelte ich. Eines Tages werden sie bekommen, was sie verdienen. Während ich Laurels Schließfach beäugte, überlegte ich, dass dieser Tag vielleicht eher früher als später kommen würde. Jill schüttelte staunend den Kopf. Ich weiß nicht, wie du so versöhnlich sein kannst, Sidney. An dir perlt einfach alles ab. Ich lächelte und fragte mich, was Jill gedacht hätte, wenn sie die Wahrheit gekannt hätte. Dass ich nicht ganz so versöhnlich war, wie es den Anschein hatte. Und nicht nur, was Laurel betraf. Wenn Jill das von mir glauben wollte, sollte es eben so sein. Natürlich bekam meine Fassade als freundliche Person, die auch die andere Wange hinhält, ihre Risse. Als am Ende des Unterrichts der nächsten Stunde Laurels Kreischen durch den Umkleideraum tönte. Es war beinahe eine Wiederholung des Zwischenfalls mit dem Eis. Laurel kam in ein Handtuch gewickelt aus der Dusche gestürzt. Sie rannte voller Entsetzen zum Spiegel und hielt ihr Haar hoch. Was ist los? fragte eine ihrer Freundinnen. Siehst du es denn nicht? rief Laurel. Etwas stimmt nicht. Es, es fühlt sich nicht richtig an. Es ist Öl oder ich weiß nicht. Sie holte einen Föhn heraus und trocknete einige Strähnen, während alle anderen voller Interesse zuschauten. Nach einigen Minuten waren die langen Strähnen trocken, aber das ließ sich schwer erkennen. Es war, als sei ihr Haar mit einer Schicht Öl oder Fett bedeckt. Das sah aus, als hätte sie es wochenlang nicht gewaschen. Das normalerweise glänzende, elastische Haar hing jetzt in schlaffen, hässlichen Locken herunter. Auch die Farbe stimmte nicht ganz. Das leuchtende, flammende Rot, hatte nun einen kränklichen gelben Ton angenommen. Es riecht auch komisch, rief sie. Wasch es lieber nochmal, schlug eine andere Freundin vor. Laurel tat es zwar, aber es würde nichts nutzen. Selbst wenn sie dahinter kam, dass ihr Shampoo das Problem verursachte, das Zeug, das ich hergestellt hatte, würde nicht so leicht aus ihrem Haar herausgehen. Wasser würde die Reaktion weiter verstärken, und sie würde sich das Haar viele, viele Male schrubben müssen, bevor sie das Problem behoben hatte. Jill warf mir einen erstaunten Blick zu. »Sydney?«, flüsterte sie, eine Million Fragen im Sinn, die sie an mich richteten. Nur Geduld, versicherte ich ihr. Das ist bloß der erste Akt. An diesem Abend fuhr ich Jill in Lia Di Stefanos Boutique. Eddie begleitete uns natürlich. Lia war nur wenige Jahre älter als ich und fast 30 Zentimeter kleiner. Trotz ihrer winzigen Gestalt strahlte ihre Persönlichkeit etwas Großes und Mächtiges aus, als sie uns in Empfang nahm. Der Laden quoll von eleganten Gewändern und Kleidern über, obwohl sie selbst ultralässig mit zerrissenen Jeans und einer übergroßen Bauernbluse bekleidet war. Sie drehte das Schild an der Tür auf geschlossen um und begrüßte uns dann, die Hände in die Hüften gestemmt. Also, Jill Melrose, begann sie, wir haben weniger als zwei Wochen Zeit, um Sie in ein Model zu verwandeln. Ihr Blick fiel auf mich, und Sie werden mithelfen. Äh, ich? rief ich. Ich bin bloß die Fahrerin. Nicht, wenn Ihre Schwester in meiner Show glänzen soll. Sie schaute wieder zu Jill auf. Der Größenunterschied wirkte beinahe komisch. Sie müssen den Modeljob essen, trinken und atmen, wenn Sie das durchziehen wollen. Und Sie müssen das alles darin tun. Mit einer schwungvollen Gebärde griff sich Leah einen Schuhkarton neben ihr und förderte ein paar glitzernd purpurfarbener Schuhe zutage mit Absätzen, die mindestens zehn Zentimeter hoch waren. Jill und ich rissen die Augen auf. Ist sie nicht auch schon so groß genug? fragte ich schließlich. Lia schnaubte und drückte Jill die Schuhe in die Hand. Die sind nicht für die Show, aber sobald sie die gemeistert haben, wird sie nichts mehr schrecken. Jill nahm die Schuhe zaghaft entgegen und hielt sie hoch, um sie zu betrachten. Die Absätze erinnerten mich an die Silberpflöcke, mit denen Eddie und Rose die Stryger getötet hatten. Wenn Jill wirklich auf jede Situation vorbereitet sein wollte, könnte sie die einfach bei sich tragen. Verlegen, weil wir sie so musterten, schlüpfte sie schließlich aus ihren flachen, braunen Schuhen und befestigte die viel kunstvolleren Riemen der purpurnen Schuhe. Anschließend richtete sie sich langsam auf und wäre beinahe vorne übergefallen ich sprang hastig hin um sie aufzufangen anerkennend nickte leah sehen sie das habe ich gemeint schwesterliches teamwork es ist ihre aufgabe dafür zu sorgen dass sie von meiner show nicht hinfällt und sich das genick bricht jill warf mir einen blick voller panik zu der vermutlich auf meinem eigenen gesicht sein gegenstück fand ich hatte gerade vorschlagen wollen dass eddie jills spotter sein sollte aber er hatte sich diskret in die Ecke des Geschäfts zurückgezogen, um uns zu beobachten, und war Lias Aufmerksamkeit anscheinend entgangen. Seine Beschützerdienste hatten offenbar Grenzen. Während Jill einfach versuchte, nicht umzufallen, half ich Lia in der Mitte des Ladens Platz zu schaffen. Dann verbrachte Lia etwa eine Stunde damit, zu demonstrieren, wie man sich auf dem Laufsteg richtig bewegte, mit Betonung auf Haltung und Schritt, damit die Kleidung möglichst gut zur Geltung kam. Die meisten dieser feineren Details waren jedoch an Jill verschwendet, die sich nach wie vor mühte, einfach nur durch den Raum zu gehen, ohne hinzufallen. Anmut und Schönheit waren weniger ihre Sorge als das Bedürfnis, aufrecht zu bleiben. Trotz allem beobachtete Eddie Jill mit einem verzückten Gesichtsausdruck, als sei jeder Schritt, den sie tat, reine Magie. Als er meinen Blick auffing, setzte er sofort wieder sein wachsames, beschützendes Wächtergesicht auf. Ich gab mein Bestes, Jill zu ermutigen, und ja, zu verhindern, dass sie hinfiel und sich das Genick brach. Zur Halbzeit der Lehrstunde hörten wir ein Klopfen an der Glastür. Lia zog die Brauen zusammen, dann erkannte sie das Gesicht auf der anderen Seite der Scheibe. Ihre Miene hellte sich auf, sie ging hinüber und schloss auf. Mr. Donahue, sagte sie und ließ Lee herein, wollen Sie sich ansehen, wie sich Ihr kleines Sternchen hält? Lee lächelte und suchte sofort nach Jill. Jill begegnete dem Blick seiner grauen Augen und grinste genauso breit wie er. Lee war bei der letzten Nahrungsaufnahme nicht dagewesen, und obwohl sie ständig telefonierten und chatteten, wusste ich, dass sie sich danach gesehnt hatte, ihn zu sehen. Ein Blick auf Addys Gesicht verriet mir, dass er selbst nicht annähernd so entzückt über Lees Anwesenheit war. Ich weiß bereits, wie sie sich hält, erwiderte Lee. Sie ist perfekt. Lea schnaubte. Ah, so weit würde ich nicht gehen. He, sagte ich, als mir eine Erleuchtung kam. Lee, wollen Sie kurz mal die Verantwortung übernehmen und verhindern, dass Jill sich das Genick bricht? Ich muss etwas erledigen. Wenig überraschend war Lee nur allzu gern dazu bereit, und ich wusste, dass ich mit Eddie als Wache keine Angst um Jills Sicherheit zu haben brauchte. Ich verließ sie und eilte zwei Straßen entlang zu Nevermore. Seit Slade und seine Freunde bestätigt hatten, dass der Tätowierer wieder im Geschäft war, hatte ich persönlich vorbeischauen wollen. Doch nicht heimlich. Meine gestohlenen Waren hatten die Beweise ja bereits geliefert. Bis auf die klare Flüssigkeit hatte ich alle anderen Substanzen in den Fiolen identifiziert. Sämtliche metallischen Flüssigkeiten waren mit den Alchemistenkomponenten identisch, was bedeutete, dass diese Leute entweder Verbindung zu Alchemisten hatten oder stahlen so oder so, die Beweise wurden immer handfester. Ich hoffte nur, dass sie auch ausreichten, um mich reinzuwaschen und Zoe von Palm Springs fernzuhalten, vor allem da die Uhr tickte und ihre Ankunft schon bald bevorstand. Seit mein Vater gesagt hatte, dass sie mich ersetzen würde, war fast eine ganze Woche ins Land gegangen. Mein Plan bestand darin, festzustellen, wie bereitwillig Nevermore mir eine Tätowierung stechen würde. Ich wollte wissen, welche Warnungen, wenn überhaupt irgendwelche, sie gaben und wie leicht es generell war, an eine solche Tätowierung heranzukommen. Adrians Gespräch hatte nicht viel an Informationen gebracht, aber wahrscheinlich hatte ihn seine brennende Spiker-Skelett mit einem Papageien-Tätowierungen nicht sonderlich glaubwürdig erscheinen lassen. Dagegen war ich heute mit Bargeld bewaffnet und hoffte, dass es mich weiterbringen würde. Wie die Dinge lagen, brauchte ich kein Bares Vorzuzeigen. Sobald ich eintrat wirkte der Mann hinter der Theke, derselbe mit dem Adrian gesprochen hatte, erleichtert. Gott sei Dank, begrüßte er mich. Bitte sagen Sie mir, dass Sie mehr haben. Diese Kids treiben mich in den Wahnsinn. Als wir damit anfingen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass das eine so große Sache werden würde. Das Geld ist gut, aber mein Gott. Wir können kaum damit Schritt halten. Ich ließ mir meine Verwirrung nicht anmerken und fragte mich, wovon um alles in der Welt er redete. Er benahm sich, als sei ich in seine Pläne hier eingeweiht, was keinen Sinn ergab. Aber dann flog sein Blick zu meiner Wange und plötzlich verstand ich. Meine Lilientätowierung. Sie war nicht verdeckt, da die Schule schon vorüber war. Und in diesem Moment wusste ich mit absoluter Sicherheit, dass derjenige, mit dem er zusammenarbeitete, um seine Vorräte zu bekommen, ebenfalls ein Alchemist war. Er war sofort davon ausgegangen, dass mich meine Tätowierung zu einer Verbündeten machte. Ich habe nichts bei mir, erklärte ich. Er machte ein langes Gesicht. Aber die Nachfrage. Sie haben die letzte Lieferung verloren, sagte ich hochmütig. Sie haben sie sich direkt unter der Nase wegstehlen lassen. Wissen Sie, wie viel Mühe es uns kostet, an das Zeug ranzukommen? Das habe ich Ihrem Freund doch bereits erklärt, rief er. Er sagte, er würde sich um das Problem kümmern und dass wir uns keine Sorgen mehr zu machen brauchten. Ich hatte ein flaues Gefühl in der Magengrube. Ja, hm. Er spricht nicht für uns alle, und wir sind uns nicht sicher, ob wir weitermachen wollen. Sie wurden kompromittiert. Wir sind doch vorsichtig, wandte er ein. Dieser Diebstahl war nicht unsere Schuld. Also ich bitte Sie, Sie müssen uns helfen. Hat er es Ihnen nicht gesagt? Für morgen besteht eine riesige Nachfrage, weil diese Privatschulkids ein Spiel haben. Wenn ich liefern kann, werde ich doppelt so viel Geld machen. Ich bedachte ihn mit meinem besten, eisigen Lächeln. Wir werden das Problem unter uns besprechen und uns wieder bei Ihnen melden. Mit diesen Worten drehte ich mich um und wollte gehen. Warten Sie, rief er. Ich warf ihm einen hochmütigen Blick zu. Können Sie dafür sorgen, dass diese Person aufhört anzurufen? Welche Person? fragte ich und überlegte, ob er wohl einen beharrlichen emberwood meinte. Die mit der komischen Stimme, die ständig fragt, ob irgendwelche hochgewachsenen, blassen Leute hier auftauchen. Solche, die wie Vampire aussehen. Ich dachte, vielleicht kennen sie die. Hochgewachsene, blasse Leute? Das klang nicht gut, aber ich ließ mir nichts anmerken. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Muss ein Streich gewesen sein. Ich verließ den Laden und nahm mir vor, dieser Angelegenheit weiter nachzugehen. Wenn sich jemand nach Leuten erkundigte, die wie Vampire aussahen, war das ein Problem. Es war jedoch kein Problem, das sofort gelöst werden musste. Meine Gedanken rasten, während ich verarbeitete, was der Tätowierer mir sonst noch erzählt hatte. Es gab also einen Alchemisten, der Nevermore belieferte. In gewisser Weise sollte das keine Überraschung sein. Wie sonst wären sie an Vampirblut und all die anderen Metalle herangekommen, die für ihre Tätowierungen notwendig waren? Und anscheinend hatte dieser Alchemistenschurke sich um das Problem gekümmert, das zum Diebstahl dieser Vorräte geführt hatte. Wann hatte mein Vater angerufen und gesagt, dass man mich aufgrund von Keys-Berichten abziehen würde? Unmittelbar nachdem ich bei Nevermore eingebrochen war. Dann wusste ich, wer dieser Alchemistenschurke war. Und ich wusste, dass ich selbst das Problem gewesen war. Keith hatte sich um mich gekümmert und Schritte eingeleitet, mich aus Palm Springs fortzuschaffen und jemand Neues und Unerfahrenes herzuholen, der sich in seine verbotene Operation Tätowierung nicht einmischen würde. Das also war der Grund, warum er Zoe überhaupt hatte hier haben wollen. Ich war entsetzt. Ich hatte keine allzu hohe Meinung von Keith Sanell, ganz sicher nicht, aber ich hätte nie niemals gedacht, dass er sich auf dieses Niveau herablassen würde. Er war ein unmoralischer Mensch, aber er war doch trotzdem mit den gleichen Prinzipien hinsichtlich Menschen und Vampiren erzogen worden wie ich. Dass er sich von diesem Glauben abkehrte und unschuldige zu seinem eigenen materiellen Gewinn den ernsten Nebenwirkungen von Vampirblut aussetzte, dies war mehr als ein Verrat an den Alchemisten. Es war ein Verrat an der ganzen menschlichen Rasse. Meine Hand lag auf meinem Handy, und ich wollte schon Stanton anrufen. Mehr wäre nicht notwendig. Ein Anruf mit einer solchen Neuigkeit, wie ich sie zu bieten hatte, und die Alchemisten würden über Palm Springs herfallen und über Keys. Aber was war, wenn es keine konkreten Beweise gab, die Keys mit diesem Unternehmen in Verbindung brachten? Dann war es gut möglich, dass ein anderer Alchemist herkam und das gleiche Spiel spielte wie ich, dass er den Tätowierer glauben machte, er sei Teil von Keiths Team. Keith war jedoch derjenige, den ich auffliegen lassen wollte. Ich wollte sicherstellen, dass er sich unmöglich aus dieser Sache rausreden konnte. Ich traf meine Entscheidung und statt der Alchemisten rief ich Adrian an. Als ich wieder bei Lias Laden eintraf, näherte sich die Übungsstunde gerade ihrem Ende. Lia gab Jill einige allerletzte Anweisungen, Während Eddie und Lee sich in ihrer Nähe lümmelten. Eddie warf einen Blick auf mein Gesicht und wusste sofort, dass etwas nicht stimmte. Was ist los? Nichts, erwiderte ich kühl. Nur ein Problem, das ich bald regeln werde. Lee, hätten Sie etwas dagegen, Jill und Eddie in die Schule zurückzubringen? Ich muss einige Dinge erledigen. Eddie runzelte die Stirn. Ist alles in Ordnung mit dir? Brauchst du jemanden, der dich beschützt? Ich werde jemanden haben. Ich überlegte kurz, da ich beabsichtigte, mich mit Adrian zu treffen. Also, jedenfalls irgendwie. Wie dem auch sei, ich bin nicht in Schwierigkeiten. Dein Job ist es, ein Auge auf Jill zu haben. Schon vergessen? Danke, Lee. Fügte ich hinzu, als ich ihn nicken sah. Plötzlich kam mir ein Gedanke. Moment mal. Ich dachte, das sei einer der Tage, an dem Sie abends Unterricht haben. Halten wir Sie auf? Oder, an welchen Tagen haben Sie denn Unterricht? Ich hatte mir nicht viel dabei gedacht und nur bemerkt, dass Lee an einigen Tagen in der Nähe war und an anderen in Los Angeles. Aber rückblickend gab es kein richtiges Muster. Ich sah, dass auf Eddies Gesicht ebenfalls Begreifen aufblitzte. Das ist wahr, sagte er und musterte Lee argwöhnisch. Was für einen Stundenplan haben Sie eigentlich? Lee öffnete den Mund und ich spürte, dass gleich eine einstudierte Geschichte folgen würde. Dann hielt er inne und warf einen ängstlichen Blick auf Jill, die sich noch mit Lia unterhielt. Sein Gesicht wurde lang. Bitte, erzählen Sie es ihr nicht, flüsterte er. Was sollen wir ihr nicht erzählen? fragte ich ebenfalls leise. Ich bin nicht im College. Ich meine, ich war es. Aber nicht in diesem Semester. Ich wollte ein wenig freie Zeit, aber ich durfte meinem Dad doch nicht enttäuschen. Also habe ich ihm erzählt, ich würde auf Teilzeitbasis studieren und wäre deshalb häufiger da. Was machen Sie denn dann in all dieser Zeit in L.A., wollte Eddie wissen. Das war eine hervorragende Frage, begriff ich. Ich habe dort immer noch Freunde, und ich muss meine Tarnung aufrechterhalten. Lee seufzte. Es ist dumm, ich weiß. Bitte, erlauben Sie mir, es ihr zu erzählen. Ich wollte sie beeindrucken und mich ihr gegenüber beweisen. Sie ist so wunderbar. Sie hat mich nur zu einem schlechten Zeitpunkt kennengelernt. Eddie und ich wechselten einen Blick. Ich werde es nicht erzählen, versprach ich. Aber Sie sollten es ihr wirklich sagen. Ich meine, ich nehme an, es ist nichts Schlimmes passiert. Aber Sie sollten nicht solche Lügen zwischen sich stehen lassen. Lee wirkte elend. Ich weiß. Danke. Als er beiseite trat, sah mich Eddie kopfschüttelnd an. Es gefällt mir nicht, dass er gelogen hat. Überhaupt nicht. Dass Lee versucht hat, sein Gesicht zu wahren, ist noch das am wenigsten merkwürdige, was hier los ist, meinte ich. Dann sah ich, dass Jill inzwischen von einer Seite des Ladens zur anderen und wieder zurückgehen konnte, ohne umzufallen. Es war zwar nicht elegant, aber es war immerhin ein Anfang. Sie war immer noch weit davon entfernt, wie die Laufstegmodels auszusehen, die ich vom Fernsehen kannte, aber wenn man bedachte, dass sie anfangs mit den Schuhen nicht einmal hatte stehen können, dann hatte sie doch erhebliche Fortschritte erzielt. Sie wollte sich die hohen Schuhe ausziehen, aber Lia hinderte sie daran. Nein. Ich habe es Ihnen doch gesagt. Sie müssen diese Schuhe ständig tragen. Übung, 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 Übung. Tragen Sie sie zu Hause, tragen Sie sie überall. Sie drehte sich zu mir um. Und Sie? Ich weiß. Ich sorge dafür, dass sie sich nicht das Genick bricht unterbrach ich sie. Aber sie wird die Schuhe nicht ständig tragen können. Unsere Schule hat einen Kleiderkodex. Wie wäre es, wenn sie eine andere Farbe hätten? fragte Lia. Ich glaube nicht, dass es nur um die Farbe geht, sagte Jill entschuldigend. Ich glaube, es geht darum, dass es Stilettos sind. Aber ich verspreche, außerhalb des Unterrichts in unserem Zimmer zu üben. Das genügte Lia. Und nach einigen weiteren Ratschlägen ließ sie uns gehen. Wir versprachen zu üben und in zwei Tagen zurückzukommen. Ich sagte Jill, dass ich sie später treffen werde, wusste jedoch nicht, ob sie es gehört hatte. Sie war ganz darauf konzentriert, dass Lizzie nach Hause fahren würde. Alles andere rauschte praktisch an ihr vorüber. Ich fuhr zu Clarence und wurde an der Tür von Adrian erwartet. Wow, sagte ich, beeindruckt von seiner Initiative. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du so schnell fertig wärest. Bin ich auch nicht, antwortete er. Ich muss dir sofort was zeigen. Ich runzelte die Stirn. In Ordnung. Adrian führte mich tiefer ins Haus hinein, in einen Bereich, den ich normalerweise nicht betrat, und das machte mich nervös. Weißt du genau, dass das nicht warten kann? Diese Sache, die wir erledigen müssen, ist ziemlich dringend. Die hier auch. Welchen Eindruck hat Clarence bei deinem letzten Besuch auf dich gemacht? Er kam mir merkwürdig vor. Aber in Bezug auf seine Gesundheit? Ich überlegte. Na ja, ich weiß, dass er müde war, aber im Allgemeinen schien es ihm gut zu gehen. Ja, nun, es geht ihm jetzt nicht mehr gut. Es ist mehr als bloße Müdigkeit. Er ist schwach, ihm ist schwindelig, und er verlässt sein Bett nicht mehr. Wir erreichten eine geschlossene Holztür, und Adrian blieb stehen. Weißt du den Grund dafür? fragte ich erschrocken. Ich hatte mir Sorgen wegen der Komplikationen gemacht, die ein kranker Mauer verursachen würde, aber nicht so bald damit gerechnet. Ich kann's mir ziemlich genau vorstellen, meinte Adrian mit überraschender Wildheit. Dein lieber Keith. Hör auf, sowas zu sagen. Er ist nicht mein lieber Keith, rief ich. Er ruiniert mein Leben. Adrian öffnete die Tür, und ein großes, kunstvolles Himmelbett kam in Sicht. Ich fühlte mich nicht sonderlich wohl dabei, ein Mora-Schlafzimmer zu betreten, aber Adrians befehlender Blick war einfach zu mächtig. Ich folgte ihm in den Raum und schnappte nach Luft, als ich Clarence im Bett liegen sah. Nicht nur dein Leben, sagte Adrian und zeigte auf den alten Mann. Beim Klang unserer Stimme flatterten Clarence Lieder, dann schloss er die Augen wieder und schlief ein. Es waren jedoch nicht seine Augen, die meine Aufmerksamkeit fesselten. Es war die kränkliche Blässe seiner Haut, sie und die blutige Wunde an Clarence Hals. Sie war klein, vielleicht nur ein Nadelstich, als sei sie mit einem chirurgischen Instrument zugefügt worden. Adrian sah mich erwartungsvoll an. Nun, Sage, hast du eine Vorstellung, warum Keith Clarence Blut abnehmen sollte? Ich schluckte. Und war kaum in der Lage zu glauben, was ich da sah. Hier war das letzte Puzzlestück. Ich wusste, dass Kies die Tätowierer belieferte. Und jetzt wusste ich, woher Kies seine Vorräte bekam. Ja, antwortete ich schließlich kleinlaut. Ich habe sogar eine ziemlich gute Vorstellung. Kapitel 22 Clarence wollte nicht mit uns über das sprechen, was passiert war. Er bestritt sogar beharrlich, dass etwas nicht stimmte und behauptete, er habe sich beim Rasieren in den Hals geschnitten. Mr. Donahue, sagte ich so sanft ich konnte, diese Verletzung ist auf ein chirurgisches Instrument zurückzuführen und sie ist erst entstanden, als Keith zu Besuch kam. Nein, nein, brachte Clarence mit schwacher Stimme hervor. Es hat nichts mit ihm zu tun. Gerade da streckte Dorothy den Kopf herein, ein Glas Saft in der Hand. Wir hatten sie kurz nach meiner Ankunft heute Abend gerufen. Bei Blutverlust waren die Heilmittel für Mora und Menschen die gleichen. Zucker und Flüssigkeit. Sie hielt ihm das Glas mit dem Strohhalm hin und das gefurchte Gesicht voller Sorge. Ich bettelte weiter, während er trank sagen sie uns welche vereinbarung sie haben was haben sie für ein arrangement getroffen was gibt er ihnen für ihr blut als clarence weiter stillschweigen bewahrte versuchte ich es mit einer anderen taktik hier werden leute verletzt wahllos verteilt er ihr blut das erzielte eine reaktion nein widersprach clarence er benutzt mein blut und meinen speichel um leute zu heilen um kranke Menschen zu heilen. Speichel? Fast hätte ich aufgestöhnt. Natürlich. Die mysteriöse, klare Flüssigkeit. Jetzt wusste ich, was dem süchtig machenden Hai des Celestial Tattoos zugrunde lag. Ekelhaft. Adrian und ich wechselten einen Blick. Gewiss ließ sich Vampirblut als Heilmittel verwenden. Die Tätowierung, die ich trug, war ein Beweis dafür und die Alchemisten hatten lange daran gearbeitet, einige der Eigenschaften des Blutes für eine breitere medizinische Verwendung zu kopieren. Bisher ließ es sich jedoch nicht synthetisch herstellen, und der Gebrauch von echtem Blut war einfach unpraktisch. Er hat gelogen, erwiderte ich. Er verkauft es an reiche Teenager, die ihre sportlichen Leistungen damit verbessern. Was hat er ihnen dafür versprochen? Einen Anteil am Gewinn? Adrian sah sich in dem luxuriösen Raum um. Er braucht kein Geld. Das einzige, was er braucht, ist das, was ihm die Wächter nicht geben wollen. Gerechtigkeit für Tamara, stimmt's? Überrascht wandte ich mich wieder Clarence zu und sah Adrians Worte auf dem Gesicht des alten Mora bestätigt. Er, er hat für mich Nachforschungen über die Vampirjäger angestellt, sagte er langsam. Er meint, er sei nah dran, nah dran, sie aufzuspüren. Ich schüttelte den Kopf und hätte mir am liebsten einen Tritt verpasst, weil ich nicht früher darauf gekommen war, dass Clarence die Quelle des Blutes war. Es erklärte, warum Keiths immer unerwartet hier erschien und warum er sich so aufgeregt hatte, als ich ohne Vorwarnung hergekommen war. Meine Verbrüderung mit Vampiren hatte nichts damit zu tun. Sir, ich garantiere Ihnen, das Einzige, worüber er Nachforschungen anstellt, ist die Frage, wie er das Geld ausgeben kann, das er verdient. Nein. Nein. Er wird mir helfen, die Jäger zu finden, die Tamara getötet haben. Ich stand auf. Ich ertrug es nicht mehr länger, ihm zuzuhören. Verschaffen Sie ihm etwas Richtiges zu essen, und sorgen Sie dafür, dass er es auch zu sich nimmt, wies ich Dorothy an. Wenn er ausschließlich vom Blutverlust geschwächt ist, braucht er einfach nur Zeit. Ich bedeutete Adrian mit einem Nicken, mir aus dem Raum zu folgen. Als wir aufs Wohnzimmer zugingen, bemerkte ich Nun, diese Sache hat gute und schlechte Seiten. Zumindest dürfen wir zuversichtlich sein, dass Keith einen frischen Blutvorrat hat und wir ihn auffliegen lassen können. Es tut mir leid, dass Clarence verletzt wurde, damit ich erstarrte, als ich das Wohnzimmer betrat. Ich hatte einfach dorthin gehen wollen, weil es ein vertrauter Ort war, an dem wir über unsere Pläne sprechen konnten, einer, der weniger unheimlich war als Clarence Schlafzimmer. Wenn man bedachte, dass meine Phantasie bei einem Aufenthalt in diesem Haus häufig mit mir durchging, so konnten mich in der Wirklichkeit nur noch wenige Dinge überraschen. Aber nicht einmal in meinen wildesten Träumen hätte ich mir vorgestellt, dass das Wohnzimmer in eine Kunstgalerie verwandelt worden war. Überall im Raum standen Staffeleien mit Leinwand. Selbst der Billardtisch war von einer großen Papierrolle bedeckt. Die Themen der Bilder waren breit gefächert. Einige zeigten lediglich Farbspritzer, andere erstaunlich realistische Darstellung von Gegenständen und Leuten. Inmitten der Kunstwerke sah ich einen Haufen Aquarell- und Ölfarben. Ein Moment lang verschwanden alle Gedanken an Clarence und Keith aus meinem Kopf. Was ist das denn? Hausaufgaben, antwortete Adrian. Hast du. Hast du mit deinen Kursen nicht gerade erst angefangen? Warum hast du so viel aufbekommen? Er ging zu einer Leinwand hinüber, die eine kreisende rote Linie über einer schwarzen Wolke zeigte, und tupfte vorsichtig darauf, um festzustellen, ob die Farbe trocken war. Während ich das Bild betrachtete, versuchte ich mir darüber klar zu werden, ob ich wirklich eine Wolke sah. Das Bild hatte etwas beinahe Anthropomorphes. Natürlich habe ich nicht so viel aufbekommen, Sage. Aber ich musste dafür sorgen, dass ich meine erste Aufgabe schaffe. Es bedarf vieler Versuche, bevor man Vollkommenheit erzielt. Er hielt inne, um darüber nachzudenken. Naja, bis auf meine Eltern. Sie haben es beim ersten Versuch hinbekommen. Ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen. Nachdem ich während der beiden letzten Wochen beobachtet hatte, wie wild Adrians Stimmung hin und her geschwankt war, war es schön, ihn jetzt in einem Aufwind zu erleben. Also das ist umwerfend, gab ich zu. Was stellen die Bilder da? Ich meine, das da verstehe ich. Ich zeigte auf das Gemälde eines Frauenauges, braun und mit langen Wimpern, und dann auf ein weiteres, das Rosen darstellte aber die anderen stehen einer ähm, eher kreativeren interpretation offen wirklich fragte adrian und wandte sich wieder dem rauchigen gemälde mit den roten streifen zu ich dachte es wäre eindeutig das hier ist liebe erkennst du es nicht ich zuckte die achseln vielleicht habe ich keinen ausreichend künstlerischen verstand vielleicht pflichtete er mir bei Sobald wir deinen Kumpel Kies haben auffliegen lassen, werden wir über meine geniale Kunst diskutieren, so viel du willst. Genau, sagte ich und wurde wieder ernst. Wir müssen seine Wohnung nach Beweisen durchsuchen. Ich dachte, die beste Methode wäre, wenn ich ihn aus dem Haus locke und du in seine Abwesenheit einbrichst, um das Schloss aufzubekommen. Adrian winkte ab. Ich kann das Schloss knacken. Wie bin ich deiner Ansicht nach früher wohl an den Schnapsschrank meiner Eltern gekommen? Hätte ich mir ja denken können, versetzte ich trocken. Pass nur auf, dass du überall nachsiehst, nicht nur an den offensichtlichen Stellen. Er könnte Geheimfächer in den Wänden oder in den Möbeln haben. Du musst Violen mit Blut oder metallischer Flüssigkeit finden oder sogar das Werkzeug, mit dem er bei Clarence gearbeitet hat. Kapiert? Wir heckten noch einige weitere Einzelheiten aus, einschließlich der Frage, wen er anrufen sollte, wenn er etwas fand und wollten gerade aufbrechen, als er fragte Sage, warum hast du mich in dieser Sache als Komplizen ausgesucht? Ich überlegte. Ein Ausschließungsprozess, glaube ich. Jill soll aus allen Schwierigkeiten herausgehalten werden. Eddie wäre ein Gewinn, aber er musste mit ihr und Lee in die Schule zurückfahren. Außerdem wusste ich bereits, dass du keine moralischen Bedenken hättest, in ein Haus einzubrechen. Das ist das Netteste, was du je zu mir gesagt hast, erklärte er mit einem Grinsen. Danach machten wir uns auf dem Weg zu Kies. Im Erdgeschoss seines Gebäudes brannten alle Lichter, was eine allerletzte Hoffnung darauf vernichtete, dass ich ihn vielleicht nicht würde herauslocken müssen. Eigentlich hätte ich bei der Suche gern geholfen. Ich setzte Adrian ab und fuhr dann zu einem rund um die Uhr geöffneten Restaurant. Das draußen am anderen Ende der Stadt lag. Ich stellte mir vor, dass es wie geschaffen dafür war, Keith von seinem Haus fernzuhalten. Die Fahrzeit allein würde sicherstellen, dass Adrian zusätzliche Zeit zum Suchen hatte, obwohl es auch bedeutete, dass er draußen eine Weile warten musste, bis Keith aufbrach. Sobald ich endlich angekommen war, suchte ich mir einen Tisch, bestellte mir Kaffee und wählte Keiths Nummer. Hallo? Keith, ich bin's. Ich muss mit dir reden. Dann rede, antwortete er. Er klang so selbstgefällig und zuversichtlich, zweifellos, weil er glücklich darüber war, dass er den letzten Tätowierungsverkauf abgewickelt hatte. Nicht am Telefon, wir müssen uns treffen. An der Emberwood? fragte er überrascht. Ist da nicht schon Toresschluss? Das war es tatsächlich, aber das war ein Problem, das später noch gelöst werden konnte. Ich bin nicht in der Schule. Ich bin in Margaret's Diner, diesem Restaurant, draußen am Highway. Ein langes Schweigen. Dann? Nun, wenn du die Sperrstunde ohnehin schon verpasst hast, dann komm doch einfach her. Nein, erklärte ich entschieden. Du kommst zu mir. Warum sollte ich? Ich zögerte nur kurz, bevor ich die Karte ausspielte, mit der ich ihn kriegen würde, wie ich genau wusste. Es war das eine, was ihn dazu bringen würde, hierher zu fahren und kein verdacht wegen der tätowierungen zu schöpfen. Es geht um Carly. Was ist mit ihr? fragte er nach einem kurzen zögern. Das weißt du ganz genau. Nach einer zweiten pause gab kies nach und legte auf. Ich bemerkte, dass ich vorhin einen anruf bekommen haben musste, den ich überhört hatte. Ich rief die mailbox auf und lauschte. Sydney hier ist Wes Regan vom Carlton College. Ich wollte nur einige Dinge mit Ihnen besprechen. Zunächst einmal fürchte ich, dass ich schlechte Neuigkeiten habe. Offenbar kann ich Ihren Bruder nicht rückwirkend von seinem Gasthörerstatus als regulären Studenten aufnehmen. Ich werde ihn mit Bestimmtheit fürs nächste Semester immatrikulieren können, wenn er sich gut hält. Aber jetzt darf er nur dann am Unterricht teilnehmen, wenn er weiterhin Gasthörer bleibt. Er wird daher keine finanzielle Unterstützung bekommen können und Sie müssen bald die Gasthörergebühren bezahlen, wenn er weiter am Unterricht teilnehmen will. Wenn er sich aber ganz exmatrikulieren will, können wir auch das erledigen. Rufen Sie mich einfach an und lassen Sie mich wissen, wie Sie sich entscheiden. Anschließend starrte ich entsetzt das Telefon an. Da gingen Sie hin, unsere Träume. Adrian als regulären Studenten einzuschreiben, ganz zu schweigen von seinen Vorstellungen, eine finanzielle Unterstützung zu bekommen und bei Clarence auszuziehen. Das nächste Semester begann wahrscheinlich im Januar, also standen Adrian noch weitere vier Monate bei Clarence bevor, zudem noch vier weitere Monate, in denen er mit dem Bus fahren und Kurse belegen würde, ohne dafür Leistungsscheine zu erhalten. Aber kam es hier wirklich auf die Leistungsscheine und die finanzielle Unterstützung an? Ich dachte daran, wie aufgeregt Adrian nach nur zwei Stunden gewesen war, wie er sich in die Kunst gestürzt hatte. Sein Gesicht hatte gestrahlt, als er in seiner Galerie gestanden hatte. Jills Worte halten in meinem Kopf wieder. Sie hatte gesagt, dass die Kunst ihm etwas gebe, in das er seine Gefühle hineinfließen lassen könnte, so dass sie mit dem Band leichter zurechtkam. Diese Kurse taten ihnen beiden gut. Wie hoch waren Gasthörergebühren? Ich wusste es nicht genau, aber ich wusste schon, dass es nicht so viel kostete wie eine Immatrikulation. Das war außerdem eine einmalige Sache, die ich wahrscheinlich in meine Spesen einschleusen konnte, ohne die Aufmerksamkeit der Alchemisten zu erregen. Adrian brauchte diese Kurse, dessen war ich mir gewiss. Wenn er wusste, dass er in diesem Semester nicht mit finanzieller Unterstützung rechnen konnte, konnte er sich leicht entschließen, die Sache gleich wieder an den Nagel zu hängen. Das durfte ich nicht zulassen. Er hatte geahnt, dass es vielleicht eine Verzögerung geben würde, während die Sache mit der finanziellen Unterstützung zu regeln war. Wenn ich ihn dazu bringen konnte, das Carlton College noch ein Weilchen länger zu besuchen, dann würde er sich vielleicht genug auf die Kunst einlassen, um zu bleiben, selbst wenn die Wahrheit herauskam. Es war hinterhältig, aber am Ende würde er davon profitieren. Und Jill ebenfalls. Ich rief in Wes Regans Büro an, wohl wissend, dass ich nur seine Mailbox erreichen würde. Dort hinterließ ich ihm eine Nachricht, dass ich die Gasthörergebühren bezahlen und dass Adrian bleiben würde, bis er sich im nächsten Semester immatrikulieren konnte. Ich legte auf und sprach ein stummes Gebet. Adrian möge eine Weile brauchen, um das alles herauszufinden. Die Kellnerin warf mir immer wieder böse Blicke zu, weil ich nur Kaffee trank. Daher bestellte ich schließlich noch eine Torte zum Mitnehmen. Sie hatte gerade den Karton auf meinen Tisch gelegt, als ein verärgerter Kies das Restaurant betrat. Er stand in der Tür und sah sich ungeduldig um, bis er mich entdeckte. Okay, was ist los? fragte er, während er sich mit großem Getue hinsetzte. Was ist so wichtig, dass du das Bedürfnis verspürt hast, Schulregeln zu brechen, um mich durch die halbe Stadt zu holen? Für einen Moment erstarrte ich. Beim Blick in Keiths Augen, in das Echte und das Künstliche, traten all die widersprüchlichen Gefühle wieder zutage, die ich ihm während des letzten Jahres entgegengebracht hatte. Furcht und Nervosität wegen dem, was ich gerade durchziehen wollte, rang mit dem abgrundtiefen Hass, den ich schon lange in mir trug. Niedere Instinkte wollten ihn leiden sehen, ihm etwas an den Kopf werfen, wie zum Beispiel die Torte oder einen Stuhl oder einen Baseballschläger. Ich. Bevor ich ein weiteres Wort sagen konnte, klingelte mein Telefon. Ich sah hinunter und las die SMS von Adrian. Fertig. Besuch zu Ende eine Stunde. Ich schob das Handy in meine Handtasche und atmete aus. Keith hatte 20 Minuten gebraucht, um hierher zu kommen. Und während dieser Zeit hatte Adrian pflichtschuldigst die Wohnung durchsucht. Anscheinend erfolgreich. Jetzt lag es bei mir, Keith aufzuhalten, bis Verstärkung auftauchte. Eine Stunde war tatsächlich erheblich weniger Zeit, als ich erwartet hatte. Ich hatte Adrian Stantons Telefonnummer gegeben, und sie hätte die Alchemisten losgeschickt, die am nächsten waren. Meiner Einschätzung nach würde das Los Angeles bedeuten, aber angesichts des Bewegungsraums der Alchemisten ließ sich das schwer sagen. Wenn sich welche auf der Ostseite der Stadt aufhielten, wären sie sehr schnell hier. Es war allerdings auch möglich, dass sie Zeit sparten, indem sie einfach mit einem Privatjet herüberflogen. Was ist das? Fragte Kies gereizt. Eine SMS von einem deiner Vampirfreunde? »Du kannst aufhören, dich zu verstellen«, entgegnete ich. »Ich weiß, dass es dich nicht wirklich interessiert, ob ich ihnen zu nahe komme.« Ich hatte nicht vorgehabt, das zu dem Thema zu machen, das ihn ablenken sollte, aber wenn es so war, sollte es mir recht sein. »Natürlich tue ich das. Ich mache mir Sorgen um deine Seele.« »Hast du deshalb meinen Dad angerufen?«, fragte ich. »Willst du mich deshalb vom Palm Springs weghaben?« »Es ist zu deinem eigenen Wohl.« sagte er selbstgefällig. Weißt du, wie falsch es ist, dass du diesen Job überhaupt annehmen wolltest? Kein Alchimist wollte ihn, aber du! Du hast praktisch darum gebettelt. Ja, erwiderte ich und meine Wut nahm noch zu. Damit Zoe es nicht tun muss. Rede das noch ein, wenn du willst. Ich kenne die Wahrheit. Du magst diese Kreaturen. Warum so schwarz weiß? Deiner Meinung nach muss ich sie entweder hassen oder mit ihnen unter einer Decke stecken. Es gibt doch etwas dazwischen, weißt du? Ich kann den Alchemisten gegenüber loyal sein und trotzdem gleichzeitig mit Vampiren und Dampiren freundschaftlichen Umgang haben. Keith sah mich an wie eine Zehnjährige. Sydney, du bist so ein Unschuldslamm. Du hast, anders als ich, keine Ahnung, wie es in der Welt läuft. Ich wusste alles darüber, wie es in der Welt läuft, und hätte es auch gesagt, wenn nicht genau in diesem Moment die Kellnerin vorbeigekommen wäre, um seine Getränkebestellung aufzunehmen. Als sie weg war, fuhr Kies mit seiner Masche fort. Ich meine, woher weißt du überhaupt, dass du so empfindest, wie du es tust? Vampire können mit Zwang arbeiten, das weißt du. Sie benutzen Gedankenkontrolle. Geistbenutzer wie Adrian sind wirklich ganz geschickt darin. Nach allem, was wir wissen, hat er seine Kräfte benutzt, um sich bei dir liebkind zu machen. Ich dachte an all die Male, da ich den Wunsch verspürt hatte, Adrian durchzurütteln, damit er Vernunft annahm. Dann macht er seine Sache nicht besonders gut. Wir zankten uns noch eine Weile um diesen Punkt, und ausnahmsweise war ich einmal dankbar für Kies Sturheit und seine Weigerung, vernünftig zu sein. Je länger er mit mir stritt, desto mehr Zeit hatten die Alchemisten, seine Wohnung zu erreichen. Wenn Stanton Adrian gesagt hatte, dass sie eine Stunde brauchen würden, hatte sie es wahrscheinlich auch so gemeint. Trotzdem, es war besser, auf Nummer sicher zu gehen. Dann platzte mir der Kragen, als Kief sagte, du solltest froh sein, dass ich so auf dich aufpasse. Hier geht es um mehr als um Vampire. Ich erteile dir Lektionen fürs Leben. Du prägst dir Bücher ein, aber von Menschen verstehst du nichts. Du weißt nicht, wie du mit ihnen umgehen kannst. Du wirst dieselbe naive Einstellung mit dir in die wirkliche Welt nehmen und glauben, alle meinten es gut. Und irgendwer? Ein Mann wahrscheinlich. Würde ich einfach ausnutzen. Na toll, blaffte ich zurück. Du weißt über sowas natürlich Bescheid, nicht? Kies schnaubte. Ich habe kein Interesse an dir. Keine Sorge. Ich spreche nicht von dir. Ich spreche von Carly. Also, da war es. Der ursprüngliche Zweck unseres Treffens. Was hat sie mit irgendetwas zu tun? Kies sprach weiterhin ruhig, aber ich sah es das schwache Aufflackern von Sorge in seinen Augen. Ich weiß, was zwischen euch vorgefallen ist. Ich weiß auch, was du ihr angetan hast. Er hatte plötzlich großes Interesse daran, mit seinem Strohhalm in Eiswürfeln zu rühren. Ich habe ihr gar nichts angetan. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Du weißt ganz genau, wovon ich rede. Sie hat es mir erzählt. Anschließend ist sie zu mir gekommen. Ich beugte mich vor und spürte Zuversicht. Was würde mein Dad wohl tun, wenn er es herausfände? Was würde dein Dad tun? Keith blickte scharf auf. Wenn du dir so sicher bist, dass etwas Schreckliches passiert ist, warum weiß dein Dad nicht bereits davon? Hm? Vielleicht weil Kali weiß, dass es nichts auszuplaudern gibt. Was immer wir getan haben, sie wollte es, glaub mir. Du bist ein solcher Lügner, zischte ich. Ich weiß, was du getan hast. Du hast sie vergewaltigt und wirst niemals genug dafür leiden. Du hättest beide Augen verlieren sollen. Bei der Erwähnung seiner Augen versteifte er sich. Das ist hart und spielt in der ganzen Angelegenheit nicht die mindeste Rolle. Was zum Teufel ist mit dir passiert, Sidney? Wie bist du zu einem solchen Missstück geworden? Vielleicht war es falsch, dass du dich mit diesen Vampiren und Dampieren eingelassen hast. Vielleicht hat es mehr Schaden angerichtet, als uns bewusst war. Morgen früh werde ich gleich als erstes Stanton anrufen und darum bitten, dich sofort abzuziehen nicht erst Ende der Woche. Du musst diesem dunklen Einfluss unbedingt entzogen werden. Er schüttelte den Kopf und warf mir einen Blick zu, der gleichzeitig herablassend und mitleidig war. Nein. Du musst in ein Umerziehungslager. Basta. Das hätte schon vor langer Zeit passieren sollen, als sie dich dabei erwischt hatten, dass du diese Mörderin aus dem Gefängnis geholt hast. Wechsel nicht das Thema, sagte ich voller Hochmut obwohl er wieder einen Funken der Angst in mir entfacht hatte. Was war, wenn Adrian und ich scheiterten? Was, wenn die Alchemisten auf Kies hörten und mich wegschleppten? Wenn ich in einem Umerziehungslager war, würde er sich meinetwegen nie wieder Sorgen machen müssen. Hier geht es nicht um mich. Wir haben gerade von Kali gesprochen. Verärgert verdrehte Kies die Augen. Ich bin fertig damit, über deine nuttige Schwester zu sprechen. Das war der Moment, in dem mein früherer Impuls, etwas nach ihm zu werfen, die Oberhand gewann. Zu meinem Glück war es nur mein Kaffee und kein Stuhl. Und er hatte noch mehr Glück. Der Kaffee war erheblich abgekühlt. Es war allerdings noch eine Menge übrig. Der Kaffee spritzte überall hin und drängte sein weißes Hemd von oben bis unten. Er starrte mich erstaunt an und geriet ins Stottern, als er herausbrachte Du. Du Miststück. Dann stand er auf. Als er auf die Tür zuging, begriff ich, dass mein Temperamentsausbruch vielleicht gerade den Plan vermasselt hatte. Ich eilte zu ihm hinüber und hielt ihn am Arm fest. Warte, Keith. Es. es tut mir leid. Geh. Bitte nicht. Er riss den Arm weg und funkelte mich an. Es ist so spät für dich. Du hattest deine Chance und hast sie vermasselt. Ich packte ihn erneut. Nein. Nein. Warte. Wir haben immer noch über vieles zu sprechen. Er öffnete den Mund zu einer schnippischen Bemerkung, dann schloss er ihn prompt wieder. Er musterte mich sekundenlang und wurde ernst. Versuchst du etwa, mich hier festzuhalten? Was ist los? Als ich keine Antwort zustande brachte, riss er sich los und stürmte zur Tür hinaus. Ich rannte schnell zum Tisch zurück und warf einen Zwanziger darauf, schnappte mir die Torte und erklärte der verwirrten Kellnerin, sie könnte das Wechselgeld behalten. Die Uhr in meinem Wagen sagte mir, dass ich 20 Minuten hatte, bis die Alchemisten bei Kies auftauchen sollten. Das war auch die Zeit, die ich brauchen würde, um dorthin zu kommen. Ich fuhr direkt hinter ihm her und gab mir keine Mühe, meine Anwesenheit zu vertuschen. Jetzt war es kein Geheimnis mehr, dass etwas im Gange war. Etwas, weswegen ich ihn aus dem Haus gelockt hatte. Ich segnete jede rote Ampel, die uns aufhielt, und betete, dass er nicht allzu früh ankommen würde. In diesem Fall würden Adrian und ich ihn aufhalten müssen. Es war nicht unmöglich, aber es war auch etwas, das ich lieber nicht tun wollte. Schließlich kamen wir zurück. Keith bog in den winzigen Parkplatz seines Gebäudes ein, während ich achtlos in einer Halteverbotszone vor dem Haus parkte. Ich war nur wenige Schritte hinter ihm, als er zur Tür rannte, aber er schien es kaum zu bemerken. Seine Aufmerksamkeit galt den erleuchteten Fenstern seines Gebäudes, und den dunklen Silhouetten, die hinter den schweren Vorhängen nur mit Mühe auszumachen waren. Er stürzte durch die Tür. Ich folgte ihm einen Moment später und prallte beinahe mit ihm zusammen, als er wie angewurzelt stehen blieb. Ich kannte die drei Männer in Anzügen nicht, die bei Adrian waren, aber ich wusste, dass es Alchemisten waren. Sie verströmten diese kalte, makellose Haltung, die wir alle anstrebten, und auf ihren Wangen prangten goldene Lilien. Einer durchstöberte gerade Kies Küchenschränke. Ein anderer hielt ein Notizbuch in der Hand und redete mit Adrian, der an der Wand lehnte und rauchte. Bei meinem Anblick lächelte er. Der dritte Alchemist kniete auf dem Boden im Wohnzimmer, neben einem kleinen Vorratsschrank, der in die Wand eingelassen war. In der Nähe lag das geschmacklose Bild einer barbusigen Frau, mit dem er das Geheimfach wahrscheinlich verborgen hatte. Die Holztür war offensichtlich aufgebrochen worden, und verschiedene Gegenstände lagen wild im Raum verstreut, mit einigen Ausnahmen. Der Alchemist gab sich große Mühe, einen Stapel von Dingen zu sortieren. Metallröhrchen und Nadeln, mit denen Blut abgezapft worden war, zudem Fiolen mit Blut und kleine Päckchen mit einem silbrigen Pulver. Bei unserem plötzlichen Erscheinen blickte er auf und fixierte Kies mit einem kühlen Lächeln. »Ah, wie schön, dass Sie hier sind, Mr. Danell. Wir hatten gehofft, sie zu einer Befragung mitnehmen zu können. Keith fiel der Unterkiefer herab. Was hast du getan? Kapitel 23 Fast eine Woche später saß ich am Ende einer Sitzreihe. Es war Jills Modenschau, die in Palm Springs stattfand, und ich wartete darauf, dass es losging. Ich hatte nicht einmal gewusst, dass Trey da war. Und war ganz erschrocken, ihn plötzlich neben mir knien zu sehen. Was genau meinst du? fragte ich ihn. Es gibt eine Million Dinge, die ich mir zugute halten kann. Er lachte spöttisch und sprach sehr leise weiter, was in dem dumpfen Gemurmel der Gespräche um uns herum nicht nötig gewesen wäre. Mehrere hundert Besucher waren zu der Show gekommen. Ich rede von Slade und seinen Freunden, du weißt es, sagte Trey. Sie sind diese Woche wegen irgendetwas wirklich bestürzt. Ständig beklagen Sie sich über diese dummen Tätowierungen. Er sah mich vielsagend an. Ja, und? sagte ich mit Unschuldsmiene. Warum sollte das etwas mit mir zu tun haben? Willst du etwa behaupten, es hätte nichts mit dir zu tun? fragte er zurück. Er ließ sich nicht im mindesten täuschen. Ich spürte, wie mir ein verräterisches Lächeln über die Lippen glitt. Nach der Plünderung von Keiths Wohnung hatten die Alchemisten dafür gesorgt, dass seine Partner, die Tätowierer, nicht mehr die Mittel für verbotene Tätowierungen hatten. Es war auch nicht länger mehr die Rede davon gewesen, dass Zoe mich ersetzen sollte. Es hatte Tage gedauert, bis Slade und seine Freunde dahinter gekommen waren, dass ihnen der Zugang zu der Tinte versperrt war, die ihre sportlichen Leistungen verbesserte. Erheitert hatte ich in dieser Woche ihre verstohlenen Gespräche beobachtet, aber nicht mitbekommen, dass Trey es ebenfalls bemerkt hatte. Sagen wir einfach, dass Slade in Kürze vielleicht nicht mehr der Superstar sein wird, der er mal gewesen ist, meinte ich. Ich hoffe, du bist bereit einzuspringen und seinen Platz einzunehmen. Trey musterte mich noch einige Sekunden länger und hoffte anscheinend, dass ich noch etwas hinzufügen würde. Als ich das nicht tat, schüttelte er lediglich den Kopf und kicherte. Wann immer du Kaffee brauchst, Melbourne, Kommst du zu mir? Ist vermerkt, sagte ich. Ich deutete auf die Menge, die langsam still wurde. Was machst du überhaupt hier? Ich hatte keine Ahnung, dass du dich für die heißeste Mode dieser Tage interessierst. Tue ich auch nicht. Zwei Freunde von mir arbeiten bei der Show. Freunde oder Freundinnen? fragte ich verschlagen. Er verdrehte die Augen. Freunde, die zufällig Freundinnen sind. Ich habe keine Zeit für blöde weibliche Ablenkung. Wirklich? Ich dachte, deswegen hättest du deine Tätowierung. Wie ich höre, stehen Frauen auf sowas. Trey versteifte sich. Wovon redest du? Ich erinnerte mich, dass Christine und Julia erwähnt hatten, wie merkwürdig es sei, dass Trey eine eigene Tätowierung habe und Eddie hatte später erzählt, dass er sie im Ankleideraum auf Trays Rücken gesehen habe. Eddie hatte gesagt, sie sehe wie eine Sonne mit zahlreichen Strahlen aus und sei mit ganz gewöhnlicher Tinte gemacht. Ich hatte auf eine Chance gewartet, Trey damit aufzuziehen. Zier dich nicht. Ich weiß von deinem Sonnenschein. Warum machst du es mir immer so schwer, hm? Ich. Er wusste tatsächlich nicht weiter. Sogar mehr als das. Er verspürte offensichtlich Unbehagen und wirkte besorgt, als habe er nicht gewollt, dass ich von seiner Tätowierung erfuhr. Merkwürdig. Es war doch keine so große Sache. Ich wollte ihm gerade weitere Fragen stellen, als Adrian plötzlich durch die Menge auf uns zukam. Trey warf einen einzigen Blick auf Adrians stürmischen Gesichtsausdruck und stand sofort auf. Ich konnte seine Reaktion verstehen. Adrians Gesichtsausdruck hätte mich ebenfalls eingeschüchtert. Na ja, sagte Trey voller Unbehagen. Nochmal danke. Wir sehen uns später. Ich murmelte einige Abschiedsworte und sah zu, wie Adrian an mir vorbeischlüpfte. Maika saß neben mir, dann kam Eddie, und dann folgten zwei Stühle, die wir freigehalten hatten. Adrian setzte sich auf einen und ignorierte Eddies Begrüßung. Sekunden später kam Lee herbeigeeilt und ließ sich auf den anderen Stuhl nieder. Er wirkte wegen irgendetwas besorgt, brachte es aber trotzdem fertig, freundlicher zu sein als Adrian. Adrian starrte mit versteinertem Miene geradeaus, und um meine gute Stimmung war es geschehen. Ohne zu wissen warum, hatte ich irgendwie das Gefühl, der Grund für seine düstere Laune zu sein. Wir hatten jedoch keine Zeit, darüber zu sprechen. Die Lichter gingen aus und die Show begann. Sie wurde von einer einheimischen Nachrichtensprecherin moderiert. Sie stellte die fünf Modeschöpfer vor, die heute Abend ihre Kreationen präsentieren würden. Jills Modeschöpferin war die dritte und den Auftritten der anderen zusehen zu müssen, steigerte die Erwartung nur umso mehr. Zwischen der Veranstaltung hier und den Übungsstunden, die ich mit angesehen hatten, lagen Welten. Die Scheinwerfer und die Musik hoben alles auf eine professionellere Ebene und die anderen Models wirkten sehr viel älter und erfahrener als Jill. Allmählich teilte ich Jills ursprüngliche Ängste, dass sie hier vielleicht außerhalb ihrer Liga spielte. Dann kam Lia Di Stefano an die Reihe. Jill war eins ihrer ersten Models und erschien in einem fließenden, silbrigen Abendgewand, das aus einem Stoff bestand, der der Schwerkraft zu trotzen schien. Eine Halbmaske aus Perlen und Silber bedeckte einen Teil ihres Gesichts und verbarg ihre Identität vor jenen, die sie doch nicht erkannten. Ich hätte erwartet, dass sie ihre Vampirzüge ein wenig zurückgenommen hätten und ihr vielleicht etwas menschenähnlichere Farbe geben würden. Stattdessen hatten sie ihr ungewöhnliches Aussehen betont und sie mit einem leuchtenden Puder geschminkt, der ihre Blässe auf eine Weise hervorhob, die sie wie aus einer anderen Welt erscheinen ließ. Jede einzelne Locke war mit winzigen glitzernden Steinen besetzt, dazu sorgfältig arrangiert und floss künstlerisch um sie herum. Ihr Gang war seit der ersten Übungsstunde wesentlich besser geworden. Sie hatte in diesen hohen Schuhen praktisch geschlafen und konnte inzwischen wesentlich mehr als einfach nur nicht umfallen. Sie verströmte ein neues Selbstbewusstsein und eine Entschlossenheit, die zuvor nicht da gewesen waren. Ab und zu erhaschte ich einen nervösen Blick aus ihren Augen oder eine Korrektur in ihrem Gang, während sie auf den hohen silbernen Absätzen dahinschritt. Ich bezweifelte jedoch, dass das sonst irgendjemandem auffiel. Jeder, der Jill und ihre Eigenschaften nicht genug kannte, würde bloß eine starke, ätherische Frau sehen, die den Laufsteg hinunterschritt, umwerfend. Wenn sie sich mit nur ein wenig Ermutigung so sehr verwandeln konnte, was würde dann noch von ihr zu erwarten sein? Als ich zu den Männern an meiner Seite hinüberschaute, sah ich, wie sich vertraute Gefühle auf ihren Gesichtern widerspielten. Adrians Gesicht zeigte diesen brüderlichen Stolz, den er ihr gegenüber oft an den Tag legte, und alle Spuren seiner früheren schlechten Laune waren verschwunden. Maika und Lee sahen sie mit purer, ungehemmter Bewunderung an. Zu meiner Überraschung zeigte sich auf Eddis Gesicht neben der Bewunderung aber auch noch etwas anderes. Es war fast so etwas wie Anbetung. Das war es. Jetzt begriff ich es. Indem Jill als die schöne, überlebensgroße, göttinnengleiche Kreatur herausgekommen war, gab sie all den idealistischen, von Beschützerinstinkt geprägten Phantasien, zu denen Eddie neigte, Nahrung. Sie war jetzt die vollkommene Prinzessin, deren Ritter nur darauf wartete, ihr pflichtschuldig zu dienen. Sie erschien noch zwei weitere Male in Dias Show und war jedes Mal umwerfend, wenn auch keiner der Auftritte ganz diesem Debüt in dem silbernen Kleid gleichkam. Dem Rest der Show schenkte ich nur ein halbes Auge. Mein Stolz und meine Zuneigung zu Jill lenkten mich zu sehr ab, und ehrlich, die meisten der Kleider, die ich heute Abend sah, waren für meinen Geschmack viel zu protzig. Nach der Show fand ein Empfang statt, zu dem Gäste, Modeschöpfer und Models bei Erfrischungen miteinander reden konnten. Meine kleine Gruppe fand eine Ecke in der Nähe der Odeurs und wartete dort auf Jill, die noch gar nicht aufgetaucht war. Lee hielt einen riesigen Strauß weißer Lilien in der Hand. Sehnsüchtig beobachtete Adrian eine Kellnerin, die mit einem Tablett voller Champagnergläser vorbeiging. Doch er machte keine Anstalten, die Frau heranzuwinken. Ich war stolz und erleichtert. Jill, Gleichgewicht und Alkohol wollten wir lieber nicht vermischen. Als die Kellnerin verschwunden war, wandte sich Adrian zu mir um, und nun sah ich diesen früheren Ärger zurückkehren. Wie ich schon vermutet hatte, galt er mir. Wann hast du es mir sagen wollen? fragte er. Dies war genauso rätselhaft wie Trays Bemerkung zuvor. Dir was sagen, dass die finanzielle Unterstützung nicht bewilligt wird. Ich habe mit dem Studentensekretariat gesprochen, und dort hat man mir mitgeteilt, du hättest es gewusst. Ich seufzte. Ich habe es nicht direkt vor dir geheim gehalten. Ich hatte nur einfach keine Gelegenheit, es dir schon zu erzählen. Es ist so viel anderes passiert. Okay, ich hatte es tatsächlich aus genau diesem Grund aufgeschoben. Naja, das traf nicht direkt zu. Ich hatte bloß nicht erwartet, dass er sich darüber so aufregen würde. Du hattest aber anscheinend genug Zeit, die Aufnahmegebühren zu bezahlen, und genug Geld auch, aber nicht genug, um ein neues Quartier zu finanzieren. Ich glaube, was an dieser Angelegenheit bestürzender war als die Sache selbst, war die Unterstellung, ich hätte es irgendwie absichtlich darauf angelegt, ihm Ungelegenheiten zu bereiten, als täte ich so etwas freiwillig, obwohl eine andere Möglichkeit bestanden hätte. Eine einmalige Zahlung ließ ich leicht auf mein Spesenkonto schmuggeln, erklärte ich ihm. Monatliche Miete? Er nicht. Warum hast du dir dann überhaupt die Mühe gemacht? rief er. Der ganze Sinn der Sache war es, mir Geld zu verschaffen, damit ich von Clarence weg kann. Andernfalls hätte ich diese blöden Kurse gar nicht mitgemacht. Meinst du etwa, ich will jeden Tag stundenlang im Bus sitzen? Diese Kurse tun dir gut, konterte ich, während mein eigenes Temperament erwachte. Ich hatte nicht die Beherrschung verlieren wollen, nicht hier und gewiss auch nicht im Beisein unserer Freunde, die alles mitbekamen. Doch Adrians Reaktion entsetzte mich. Sah er denn nicht, wie gut es ihm tat, etwas Nützliches zu tun? Ich hatte sein Gesicht gesehen, als er mir diese Gemälde gezeigt hatte. Sie waren eine gesunde Möglichkeit, seine Gefühle für Rose zu kanalisieren, ganz zu schweigen davon, dass er dadurch eine Aufgabe bekam. Außerdem machte es mich fast wahnsinnig zu sehen, wie beiläufig er diese blöden Kurse abtun konnte. Es erinnerte mich wieder einmal an die Ungerechtigkeit der Welt, dass ich nämlich nicht haben konnte, was andere als selbstverständlich annahmen. Er runzelte finster die Stirn. Sie tun mir gut? Ich bitte dich, hör auf, wieder meine Mom zu spielen. Es ist nicht deine Aufgabe, mir zu sagen, wie ich mein Leben leben soll. Wenn ich deinen Rat hören will, werde ich darum bitten. Schön, sagte ich und stemmte die Hände in die Hüften. Es ist nicht meine Aufgabe, dir zu sagen, wie du dein Leben gestalten solltest. Es ist nur meine Aufgabe, es dir so leicht wie möglich zu machen. Denn Gott weiß, du könntest nichts aushalten, was auch nur ein wenig unbequem ist. Was ist denn mit all diesen Dingen, die du mir erzählt hast? Das es dir ernst damit sei, dein Leben zu verbessern? Erinnerst du dich daran, dass du mich gebeten hast, an dich zu glauben? Kommt schon, Leute, warf Eddie unbehaglich ein. Hier ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort für sowas. Adrian überhörte ihn. Du hast kein Problem damit, Jill das Leben so leicht wie möglich zu machen. Das ist meine Aufgabe, knurrte ich zurück, und sie ist noch ein Mädchen. Ich bin nicht der Ansicht, dass man sich um einen Erwachsenen, wie du einer bist, genauso kümmern muss. Smaragdgrünes Feuer funkelte in Adrians Augen, als er auf mich herabsah. Dann konzentrierte sich sein Blick auf etwas hinter mir. Ich drehte mich um und sah Jill herankommen. Sie trug wieder das silberne Gewand, während ihr Gesicht vor Glück strahlte. Ein Glück, das sich sofort in nichts auflöste, als sie begriff, dass hier ein Streit im Gang war. Schließlich stand sie neben mir und an die Stelle ihrer Aufregung war Besorgnis getreten. Was ist los? fragte sie und schaute zwischen Adrian und mir hin und her. Natürlich musste sie wegen des Bandes bereits Bescheid wissen. Es war ein Wunder, dass seine dunklen Gefühle ihre Darbietung auf dem Laufsteg nicht beeinträchtigt hatten. Nichts! sagte ich energisch. Na ja, meinte Adrian. Das kommt darauf an, wie man nichts definiert. Ich meine, wenn man lügen und Hör auf damit. rief ich und hob trotz meiner besten Vorsätze die Stimme. Es war so laut im Raum, dass die meisten nichts mitbekamen, aber einige Leute in der Nähe sahen uns neugierig an. Hör einfach auf damit, Adrian. Kannst du ihr bitte diesen Abend nicht verderben? Kannst du nicht einfach mal einen Abend so tun, als gäbe es außer dir auch noch andere Leute auf der Welt, die wichtig sind? Ihr ihn verderben? rief er. Wie zum Teufel kommst du denn darauf? Du weißt, was ich für sie getan habe. Ich habe alles für sie getan. Ich habe alles für sie aufgegeben. Wirklich? fragte ich. Denn soweit ich das erkennen kann, sieht es nicht so aus, als ich warf einen Blick auf Jills Gesicht und brach prompt ab. Ihre Augen waren hinter der Maske groß vor Entsetzen geworden, als sie hörte, wie Adrian und ich einander mit Vorwürfen bombardierten. Ich hatte Adrian gerade gesagt, er sei selbstsüchtig und denke nicht an Jill. Doch was tat ich eigentlich? Ich fuhr fort, mich an ihrem großen Abend mit ihm zu streiten, vor ihr und unseren Freunden. Dabei spielte es keine Rolle, dass ich recht hatte, und ich war mir sicher, dass ich recht hatte, dies war nicht der richtige Zeitpunkt, um dieses Gespräch zu führen. Ich hätte mich von Adrian nicht dazu verleiten lassen sollen, und wenn er nicht den Verstand hatte, aufzuhören, bevor alles noch schlimmer wurde, dann hatte ich jedenfalls genug davon. Ich gehe, erklärte ich. Ich zwang mich Jill zuliebe zu einem so aufrichtigen Lächeln, wie ich es überhaupt zu Wege bringen konnte. Jill sah jetzt so aus, als sei sie den Tränen wirklich nahe. Du warst heute Abend umwerfend, wirklich. Sydney. Schon gut, erwiderte ich. Ich habe was zu tun. Ich überlegte, was das wohl sein mochte. Ich muss, ähm, die Sachen reinigen, die Keith zurückgelassen hat. Könnt ihr sie und Eddie nachher in die Emberwood zurückfahren? Diese Worte galten Maika und Lee. Ich wusste, dass einer von ihnen einspringen würde, sah jedoch keine Notwendigkeit, solche Vorkehrungen für Adrian zu treffen. Es war mir aufrichtig egal, was heute Abend aus ihm werden würde. Natürlich, antworteten Lee und Maika wie aus einem Mund. Doch im nächsten Augenblick runzelte Lee schon die Stirn. Warum müssen Sie Kies Sachen reinigen? Lange Geschichte, murmelte ich. Sagen wir einfach, er hat die Stadt verlassen und wird sobald nicht zurückkommen, vielleicht sogar nie mehr. Unerklärlicherweise schien Lee dies eher zu beunruhigen. Vielleicht waren die beiden Männer während all der Zeit, die Keith bei Lee verbracht hatte, ja Freunde geworden. In diesem Fall war mir Lee etwas schuldig. Jill wirkte immer noch erregt. Ich dachte, wir würden alle ausgehen und feiern. Du kannst feiern gehen, wenn du willst, erwiderte ich. Solange Eddie bei dir ist, macht es mir wirklich nichts aus. Ich streckte unbeholfen die Hand nach Jill aus. Ich wollte sie beinahe umarmen aber sie wirkte so kunstvoll hergerichtet und prächtig in ihrer Kleidung und ihrem Make-up, dass ich Angst hatte, ihr Erscheinungsbild zu verderben. Ich entschied mich für ein halbherziges Schulterklopfen. Ich habe es ernst gemeint. Du warst atemberaubend. Ich eilte davon und befürchtete halb, dass entweder Adrian oder ich so bescheuert sein könnten, uns im letzten Augenblick etwas Dummes an den Kopf zu werfen. Ich musste hier weg. Meine Hoffnung bestand jetzt darin, dass Adrian klug genug war, das Thema auf sich beruhen zu lassen und diesen Abend für Jill nicht noch schlimmer zu machen. Ich wusste nicht, warum mich der Streit mit ihm so sehr aufregte. Er und ich hatten praktisch seit unserer ersten Begegnung miteinander gezankt. Was war da ein weiterer Streit? Es lag daran, dass wir miteinander ausgekommen waren, begriff ich. Ich betrachtete ihn zwar noch immer nicht wie einen Menschen, aber irgendwo unterwegs hatte ich begonnen, in ihm weniger ein Ungeheuer zu sehen. Sydney? Eine unerwartete Stimme hielt mich auf. Laurel. Sie hatte mich am Arm berührt, als ich an einer Gruppe von Mädchen von der Emberwood vorbeigegangen war. Ich musste wirklich rasend gewirkt haben, denn als ich den Blick auf sie richtete, zuckte sie tatsächlich zusammen. Das musste eine Premiere sein. Was ist? fragte ich. Sie schluckte und trat von ihren Freundinnen weg. Die Augen groß und verzweifelt. Ein Filzhut verdeckte den größten Teil ihres Haares, das sie, wie ich gehört hatte, immer noch nicht in seinen Normalzustand hatte zurückversetzen können. Ich habe gehört, ähm, ich habe gehört, dass du mir vielleicht helfen könntest mit meinem Haar, sagte sie. Das war eine weitere Gefälligkeit, die mir Christine erwiesen hatte. Nachdem ich Laul einige Tage lang hatte leiden lassen, hatte ich Christine den Auftrag gegeben, auszuplaudern, dass Sydney Melrose mit ihrer Wohnheimapotheke vielleicht etwas reparieren konnte, was einer Reparatur bedurfte. Ich hatte jedoch auch klar gemacht, dass ich Laurel nicht gerade meiner Gunst erfreute und es eine ganze Menge kosten würde, mich zu überreden. Ja, vielleicht, erwiderte ich. Ich versuchte, einen harten Gesichtsausdruck beizubehalten, was mir schwer fiel, da ich wegen Adrian immer noch so aufgeregt war. Bitte sagte sie. Ich tue alles, was du willst, wenn du mir helfen kannst. Ich habe bei meinem Haar schon alles Mögliche versucht, aber nichts funktioniert. Zu meinem Erstaunen hielt sie mir einige Jahrbücher hin. Hier, die wolltest du doch haben, nicht wahr? Nimm sie. Nimm, was du willst. Es waren lediglich weitere fünf Tage nötig, in denen sie sich das Haar mit Shampoo waschen musste und das Problem wäre behoben. Aber das würde ich ihr gewiss nicht erzählen. Ich nahm die Jahrbücher an. Wenn ich dir helfe, erklärte ich, musst du meine Schwester in Ruhe lassen. Hast du das verstanden? Ja, antwortete sie schnell. Ich glaube nicht, dass du es schon verstanden hast. Keine Streiche mehr, keine Schikanen, und du redest auch nicht mehr hinter ihrem Rücken über sie. Du brauchst nicht ihre beste Freundin zu sein, aber du sollst sie nicht länger belästigen. Halt dich von ihr fern. Ich hielt inne. Na ja, Abgesehen von einer Entschuldigung, die du ihr schuldest. Laurel nickte bei jedem Wort, das ich sagte. Ja, ja, ich werde mich sofort entschuldigen. Ich sah zu Jill hinüber, die bei ihren Bewunderern stand, mit Lies Blumen in den Armen. Nein, mach diesen Abend nicht noch unheimlicher für sie. Morgen ist früh genug. In Ordnung, sagte Laurel. Ich verspreche es. Erklär mir nur, was ich tun soll, wie ich das in Ordnung bringen kann. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Laurel mich heute Abend ansprechen würde, aber an einem der nächsten Tage hatte ich sie schon erwartet. Also trug ich bereits die kleine Flasche mit dem Gegenmittel in meiner Handtasche. Jetzt nahm ich sie heraus und Laurel sprang beinahe die Augen aus dem Kopf, als ich das Fläschchen vor sie hinhielt. »Eine Dosis ist alles, was du brauchst. Benutz es genauso wie Shampoo, dann wirst du es allerdings neu färben müssen.« Sie griff nach der Flasche, doch ich riss sie zurück. Ich meine es ernst. Du hörst sofort auf, Jill zu schikanieren. Wenn ich dir das gebe, will ich kein Wort mehr darüber hören, dass du ihr das Leben schwer machst. Kein Ärger mehr, wenn sie mit Maika spricht, keine Vampirscherze mehr und auch keine Anrufe bei Nevermore, bei denen du dich nach hochgewachsenen, bleichen Leuten erkundigst. Sie riss die Augen auf. Keine was? Ich habe niemanden angerufen. Ich zögerte. Als der Tätowierer erwähnt hatte, dass irgendjemand anrief und nach Leuten fragte, die wie Vampire aussahen, hatte ich vermutet, dass es Laurel war, die den Vampirscherz fortführte. Nach dem verwirrten Ausdruck auf ihrem Gesicht erschien mir das jetzt aber nicht mehr sehr wahrscheinlich. Also gut. Aber wenn mir zu Ohren kommt, dass etwas von den anderen Dingen weitergeht, dann wird das, was mit deinem Haar passiert ist, nichts im Vergleich zu dem sein, was als nächstes geschieht. Nichts. Hast du mich verstanden? Sie nickte zittrig. V vollkommen. Ich reichte ihr die Flasche. Vergiss es nicht. Laurel machte Anstalten, sich umzudrehen, dann warf sie noch einen unbehaglichen Blick auf mich. Weißt du, du kannst einem manchmal hellische Angst einjagen. Ich fragte mich, ob die Alchemisten, als es um diesen Job gegangen war, eine Ahnung von dem gehabt hatten, was ich alles tun würde. Zumindest war jetzt eine Sache geklärt. Laurels Verzweiflung überzeugte mich davon, dass die Vampirscherze nur eine Taktik gewesen waren. Sie glaubte nicht wirklich, dass es die Wahrheit war. Dies warf nun jedoch die beunruhigende Frage danach auf, wer sich in Wirklichkeit bei Nevermore nach Vampiren erkundigt hatte. Als ich endlich aus dem Gebäude heraus war und zu meinem Wagen ging, beschloss ich, tatsächlich zu Kies zu fahren. Irgendjemand musste seine Habe schließlich durchsuchen, und es schien mir eine sichere Methode zu sein, den anderen aus dem Weg zu gehen. Mir blieben immer noch zwei Stunden vor der Sperrstunde in der Emberwood. Keiths Wohnung war nicht mehr angerührt worden, seit die Alchemisten sie geplündert hatten. Die verräterischen Anzeichen waren noch da, wo wir seinen Vorrat von Clarence Blut und dem Silber entdeckt hatten. Die Alchemisten hatten wenig mehr getan, als sich das Nötigste anzueignen, den Rest seines Eigentums aber zurückgelassen. Ich hatte gehofft, heute Abend seine anderen Zutaten in die Hände zu bekommen, diejenigen, die nicht benutzt wurden, um verbotene Tätowierungen anzufertigen. Es war immer praktisch, über zusätzliche Mengen dieser Chemikalien zu verfügen, sei es um Strigoy Leichen zu zerstören oder um meine Chemieexperimente im Wohnheim durchzuführen. Aber dieses Glück war mir nicht beschieden. Selbst wenn seine anderen Vorräte nicht illegal gewesen waren, so hatten die Alchemisten anscheinend doch beschlossen, sämtliche Chemikalien und sonstigen Zutaten zu beschlagnahmen. Da ich nun aber schon mal hier war, wollte ich auch gleich feststellen, ob etwas von seinen anderen Besitztümern für mich von Nutzen sein konnte. Keith hatte sich gewiss nicht zurückgehalten, dank seiner illegal erworbenen Mittel die Wohnung mit jedem erdenklichen Komfort auszustatten. Wirklich nicht. Ich bezweifelte, dass er zu Hause Dinge wie diese gehabt hatte. Ein übergroßes kalifornisches Bett, einen riesigen Flachbildfernseher, ein theaterwürdiges Soundsystem und ausreichend Nahrungsvorräte, um während des nächsten Monats jeden Abend eine Party zu schmeißen. Ich durchsuchte Schrank für Schrank, entsetzt darüber, wie viel von dem Essen Junkfood war. Trotzdem, vielleicht lohnte es sich, etwas davon für Jill und Eddie mitzunehmen. Also packte ich die meisten Süßigkeiten für sie ein, ordnete sie nach Farbe und Größe. Ich überlegte auch, ob es möglich wäre, den Fernseher in die Emberwood zu schleppen. Es schien mir eine Verschwendung, ihn für die Alchemisten dazulassen, obwohl ich mir bereits Mrs. Weathers Gesichtsausdruck vorstellen konnte, wenn sie uns sah, wie wir ihn die Treppe hinaufwuchteten. Ich war mir nicht mal sicher, ob Jill und ich eine Wand hatten, die groß genug war für das Ding. Ich setzte mich in Keys Fernsehsessel und überlegte. Selbst der Fernsehsessel war vom Allerfeinsten. Das luxuriöse Leder fühlte sich wie Butter an und ich versank praktisch in den Kissen. Wirklich ein Jammer, dass in Mr. Willigers Zimmer kein Platz dafür war. Ich konnte sie förmlich vor mir sehen, wie sie sich in dem Sessel entspannte, während sie Cappuccino trank und alte Dokumente las. Also gut, was auch immer aus dem Rest von Kies Sachen werden mochte, man würde einen Umzugswagen mieten müssen, denn Latte reichte für den Fernseher, den Sessel und die meisten der anderen Dinge bestimmt nicht. Sobald dies entschieden war, hatte ich keinen Grund mehr, heute Abend noch länger zu bleiben, aber ich wollte auch keinesfalls zurückkehren. Ich hatte Angst davor, Jill zu sehen. Keine Reaktion ihrerseits wäre mir willkommen. Wenn sie nach dem Streit noch immer traurig war, hätte ich ein schlechtes Gewissen. Wenn sie versuchte, Adrian zu verteidigen, würde mich auch das aufregen. Ich seufzte. Dieser Sessel war so lächerlich bequem, dass ich ihn vielleicht noch ein Weilchen länger genießen würde. Ich suchte in meiner Umhängetasche nach Hausaufgaben und erinnerte mich an die Jahrbücher. Kelly Hayes. Ich hatte so gut wie gar keine Zeit gehabt, über sie oder die Morde nachzudenken, nicht bei dem ganzen Drama um Keith und die Tätowierungen. Kelly war bei ihrem Tod eine Erstklässlerin gewesen, und ich hatte ein Jahrbuch, das sämtliche ihrer Jahre an der Emberwood umfasste. Selbst als Erstklässlerin beanspruchte Kelly gewaltig viel Platz in diesem Jahrbuch, ich erinnerte mich daran, dass Mrs. Weathers gesagt hatte, sie sei eine gute Sportlerin gewesen. Im Ernst, Kelly hatte fast an jeder Sportart teilgenommen, die die Amberwood anbot. Und sie war in allen herausragend gewesen. Sie hatte es während ihres ersten Jahres in die Schulauswahl geschafft und alle möglichen Preise gewonnen. Etwas, das ich außerdem sofort entdeckte, war die Tatsache, dass Kelly definitiv keine Maurer gewesen war. So viel war offensichtlich selbst in Schwarzweiß, und es bestätigte sich noch auf dem Farbfoto aus der Oberstufe. Sie hatte einen sehr menschlichen Körperbau gehabt, gebräunte Haut und die Sonne sichtlich geliebt. Ich überflog gerade den Index des Juniorjahrbuches, als ich ein Klopfen an der Tür hörte. Für einen Moment wollte ich nicht öffnen. Nach allem, was ich wusste, war es gewiss irgendein Loser, mit dem sich Keith hier angefreundet hatte, der auf der Suche nach etwas zu essen und einigen Stunden vor dem Fernseher war. Dann machte ich mir aber Sorgen, dass es mit den Alchemisten zusammenhängen könnte. Ich ließ die Abschnitte, die Kelly gewidmet waren und die ich gesucht hatte, aufgeschlagen und legte das Jahrbuch beiseite, bevor ich zaghaft zur Tür schlich. Als ich durch den Türspion schaute, erblickte ich ein vertrautes Gesicht. Lee? fragte ich und öffnete die Tür. Er lächelte einfältig. Hey, tut mir leid, Sie hier zu stören. Was machen Sie denn hier? rief ich und winkte ihn herein. Warum sind Sie nicht bei den anderen? Er folgte mir ins Wohnzimmer. Ich, ich musste mit Ihnen reden. Als Sie sagten, Sie würden hierher fahren, habe ich mich gefragt, ob das, was mein Vater gesagt hatte, stimmte. Dass kies nicht länger hier ist. Ich setzte mich wieder in den Fernsehsessel. Lee hockte sich auf ein Sofa in der Nähe. Yep. Keith ist weg. Er wurde, ähm, versetzt. Keith wurde irgendwo bestraft und ich vermisste ihn nicht sehr. Lee sah sich um und betrachtete die teuren Möbel. Das ist eine hübsche Wohnung. Sein Blick fiel auf den Schrank, in dem sich die Alchemistenvorräte befunden hatten. Die Tür hing immer noch lose in den Angeln. Ich hatte mir die Mühe gespart, dort aufzuräumen, wo die Alchemisten die anderen Dinge herausgeholt hatten. Ist hier die runzelte die Stirn. Ist hier eingebrochen worden? Nicht direkt, sagte ich. Kies, ähm. musste nur sehr schnell etwas finden, bevor er ging. Die rang die Hände und schaute sich noch ein Weilchen länger um, bevor er sich wieder zu mir umdrehte. Und er kommt nicht zurück? Wahrscheinlich nicht. Lee machte ein langes Gesicht, was mich überraschte. Ich hatte immer den Eindruck gehabt, dass er Kies nicht mochte. Wird ein anderer Alchemist an seine Stelle treten? Ich weiß es nicht, antwortete ich. Über dieses Thema waren noch immer einige Debatten im Gang, weil ich Keith gemeldet hatte, war ich nicht durch Zoe ersetzt worden, und Stanton erwog jetzt, mich einfach als einheimische Alchemistin einzusetzen, da die Arbeit leicht war. Bis jemand Neues kommt, wird es vielleicht eine Weile dauern. Also sind Sie die einzige Alchemisten in diesem Gebiet? wiederholte er und klang dabei noch trauriger. Ich zuckte die Achseln. In Los Angeles gibt es schon einige. Das munterte ihn unerklärlicherweise ein wenig auf. Wirklich? Könnten Sie mir sagen, wo Sie. Die brach ab, als sein Blick auf das offene Jahrbuch zu meinen Füßen fiel. Oh, sagte ich und hob es auf. Nur ein Forschungsprojekt, an dem ich arbeite. Kelly Hayes. Der fröhliche Gesichtsausdruck war verschwunden. Ja, haben Sie schon mal von ihr gehört? Ich griff nach einem fetzen Papier und benutzte ihn als Lesezeichen für die Seite, die Kelly Hayes gewidmet war. Das könnte man sagen, erwiderte er. Ich wollte gerade fragen, was er damit meine, doch dies war der Moment, in dem ich es sah. Der Artikel, den man zu Kellys Ehren verfasst hatte, enthielt Fotos von allen Abschnitten ihres Highschool-Lebens. Wenig überraschend zeigten die meisten sie beim Sport. Es gab aber auch einige andere, darunter eins vom Schulball. Sie trug ein atemberaubendes blaues Satinkleid, das ihre athletische Figur aufs beste zur Geltung brachte, und schenkte der Kamera ein breites Grinsen, während sie einen Arm um ihren umwerfenden, in ein Smoking gekleideten Verehrer gelegt hatte. Lee. Ich riss den Kopf hoch und sah Lee an, der mich jetzt mit einer unverständlichen Miene musterte. Ich wandte mich wieder dem Foto zu und betrachtete es eingehend. Bemerkenswert war nicht der Umstand, dass Lee auf dem Foto war, obwohl ich noch nicht herausgefunden hatte, was ich damit anfangen sollte. Was mich eher frappierte, war das Timing. Dieses Jahrbuch war fünf Jahre alt. Lee wäre damals vierzehn gewesen, und der Junge an Kellys Seite, der mir entgegenschaute, war gewiss nicht so jung. Der Lee auf dem Foto sah genauso aus wie der Neunzehnjährige, der mir gegenüber saß. Doch das konnte unmöglich sein. Maura waren nicht unsterblich, sie alterten wie Menschen. Ich blickte wieder auf und überlegte, ob ich fragen sollte, ob er einen Bruder hätte. Lee ersparte mir die Frage jedoch. Er betrachtete mich lediglich mit trauriger Miene und schüttelte den Kopf. Scheiße. Ich habe nicht gewollt, dass es dazu kommt. Und dann holte er ein Messer heraus. Kapitel 24 Es ist merkwürdig, wie man in Augenblicken unmittelbarer Gefahr reagiert. Einerseits war ich in Panik, mit rasendem Herzen und schnellem Atem. Das hohle Gefühl, als tue sich in meiner Brust ein Loch auf, stellte sich ein. Zugleich konnte ich unerklärlicherweise immer noch logisch denken. Im Wesentlichen solche Dinge wie jupp, mit so einem Messer könnte man eine Kehle aufschlitzen. Und davon abgesehen? Davon abgesehen war ich einfach verwirrt. Ich blieb, wo ich war, und sprach weiterhin leise und gleichmäßig. Lee, was ist los? Was ist das? Er schüttelte den Kopf. Verstellen Sie sich nicht. Ich weiß, dass Sie es wissen. Sie sind so klug. Ich wusste, dass Sie dahinter kommen würden, aber ich hatte es einfach nicht so schnell erwartet. Meine Gedanken überschlugen sich. Wieder einmal glaubte jemand, ich sei klüger, als ich wirklich war. Ich nahm an, sein Vertrauen in meine Intelligenz sollte mir schmeicheln, aber in Wahrheit wusste ich nach wie vor nicht, was los war. Ich hatte jedoch keine Ahnung, ob es ein Vor- oder Nachteil sein würde, das zuzugeben. Also beschloss ich, so lange wie möglich gelassen zu bleiben. Das sind Sie auf dem Foto, sagte ich, sorgfältig darauf bedacht, es nicht wie eine Frage klingen zu lassen. Natürlich, bestätigte er, Sie sind nicht gealtert. Ich riskierte einen schnellen Blick auf das Foto, um mich noch einmal zu vergewissern. Es verwirrte mich noch immer. Nur Strigoy blieben in dem Alter, in dem sie verwandelt worden waren und sterblich. Das ist das ist unmöglich. Sie sind ein Mora. Oh, ich bin durchaus gealtert, erklärte er verbittert. Nicht sehr, nicht genug, dass Sie es wirklich entdecken könnten. Aber glauben Sie mir, ich kann es. Es ist nicht mehr so, wie es früher war. Ich hatte noch immer keinen Schimmer, wusste immer noch nicht, wie es geschehen war, dass wir einen Punkt erreicht hatten, an dem Lee, mit leuchtenden Augen, und bis über beide Ohren verliebt in Jill, mich plötzlich mit einem Messer bedrohte. Ebenso wenig verstand ich, wie er genauso aussehen konnte wie auf einem fünf Jahre alten Foto. Nur einer schrecklichen Sache wurde ich mir zunehmend gewiss. Sie haben Kelly Hayes getötet. Die Angst in meiner Brust wurde heftiger. Ich hob den Blick von der Klinge und sah ihm in die Augen. Aber gewiss Gewiss nicht Melody oder Tamara. Er nickte. Und Dina. Aber die kennen Sie natürlich nicht, oder? Sie war ja nur ein Mensch, und sie verfolgen eben keine menschlichen Todesfälle. Nur die von Vampiren. Es fiel mir schwer, das Messer nicht wieder anzusehen. Ich konnte nur daran denken, wie scharf es war und wie nah. Ein einziger Hieb, und ich würde genauso enden wie die anderen Mädchen. Das Leben würde aus mir herausströmen. Verzweifelt suchte ich nach irgendetwas, das ich sagen konnte, und wünschte erneut, ich hätte mir den gesellschaftlichen Schliff angeeignet, der anderen zuzufliegen schien. Tamara war ihre Cousine, brachte ich heraus. Warum sollten Sie Ihre eigene Cousine töten? Ein Moment des Bedauerns blitzte in seinen Zügen auf. Ich wollte es nicht. Ich meine, ich wollte es schon. Aber. Nun, ich war nicht ich selbst, als ich zurückkam. Ich wusste einfach, dass ich wiedererweckt werden musste. Tamara war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich habe mich auf den ersten Mora gestürzt, den ich bekommen konnte. Aber es hat nicht funktioniert. Dann habe ich andere ausprobiert. Ich glaubte, mit einem würde es bestimmt klappen. Mensch, Dampir, Mora. Nichts hat funktioniert. In seiner Stimme lag eine schreckliche Verzweiflung. Und trotz meiner Angst wollte ein Teil meiner selbst ihm helfen. Aber ich war hoffnungslos verloren. Lies, tut mir leid. Ich verstehe nicht, warum Sie andere ausprobieren mussten. Bitte legen Sie das Messer weg und lassen Sie uns reden. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Er bedachte mich mit einem traurigen Lächeln. Das können Sie. Aber ich wollte nicht, dass Sie es wären. Keith sollte es sein. Er verdient den Tod gewiss mehr als sie. Und Jill. Nun, Jill mag sie. Ich wollte das respektieren und sie verschonen. Das können Sie immer noch, sagte ich. Sie, sie. Sie würde nicht wollen, dass Sie das tun. Sie wäre sehr verstört, wenn sie wüsste. Plötzlich war Lee bei mir und drückte mich auf den Stuhl, das Messer an meiner Kehle. Sie weiß es nicht, rief er. Sie weiß es nicht, aber sie wird es erfahren und sie wird froh sein. Sie wird mir danken und wir werden für immer jung und für immer zusammen sein. Sie sind meine Chance. Bei den anderen hat es nicht funktioniert, aber Sie. Er strich mit der Klinge des Messers über meine Tätowierung. Sie sind etwas Besonderes. Ihr Blut ist Magie. Ich brauche einen Alchemisten und Sie sind jetzt meine einzige Chance. Von welcher Chance sprechen Sie? stieß ich hervor. Von meiner Chance auf Unsterblichkeit rief er. Gott, Sydney, Sie können es sich nicht einmal vorstellen, wie es ist, das zu haben und dann wieder zu verlieren, unendliche Stärke und Macht zu haben, nicht zu altern, zu wissen, dass man ewig leben wird, und dann alles weg, mir weggenommen. Wenn ich diesen verfluchten Geistbenutzer finde, der mir das angetan hat, werde ich ihn umbringen. Ich werde ihn umbringen und ich werde von ihm trinken, da ich nach dieser Nacht wieder vollkommen sein werde. Ich werde wiedererweckt werden. Ein Schauder überlief mich. Im Lichte aller Ereignisse hätte man denken sollen, dass ich den Gipfelpunkt meiner Angst bereits erreicht hätte. Aber nein. Es stellte sich heraus, dass noch mehr kommen sollte. Denn mit diesen Worten begann ich eine zerbrechliche Theorie dessen zusammenzusetzen, wovon er möglicherweise sprach. Erweckt war ein Ausdruck, der in der Vampirwelt benutzt wurde, allerdings unter ganz anderen Umständen. Sie waren mal ein Strigoi, flüsterte ich, wobei ich nicht einmal recht wusste, ob ich es selbst glaubte. Er zog sich ein klein wenig zurück. Seine grauen Augen waren groß und glitzerten fiebrig. Ich war früher mal ein Gott und ich werde wieder einer sein. Ich schwöre es. Tut mir leid, wirklich. Es tut mir leid, dass Sie es sind und nicht Keith. Es tut mir leid, dass Sie das mit Kelly erfahren haben. Andernfalls hätte ich mir einen anderen Alchemisten in L.A. gesucht. Aber verstehen Sie denn nicht? Ich habe jetzt keine andere Möglichkeit mehr. Das Messer befand sich noch immer an meiner Kehle. Ich brauche ihr Blut. Ich kann so nicht weitermachen. Nicht als sterblicher Mora. Ich muss mich zurückverwandeln. Es klopfte an der Tür. Kein Wort zischte Lee. Sie werden weggehen. Sekunden später wurde das Klopfen wiederholt, gefolgt von Sage. Ich weiß, dass du da drin bist. Ich habe dein Auto gesehen. Ich weiß, du bist sauer, aber hör mich nur an. Ding, dong. ablenkendes Klingeln an der Tür. Adrian. schrie ich und sprang vom Stuhl. Ich unternahm keinen Versuch, Lee zu entwaffnen. Mein einziges Ziel war Sicherheit. Ich drängte mich an ihm vorbei, bevor er reagieren konnte, und lief zur Tür. Aber er war besser vorbereitet, als ich erwartet hatte. Er sprang auf mich zu, rang mich zu Boden. Das Messer traf mich am Arm, als ich fiel. Ich heulte vor Schmerz auf, als sich die Spitze der Klinge in meine Haut grub. Zwar wehrte ich mich gegen ihn, aber dabei drang das Messer nur noch tiefer in mich ein. Die Tür wurde plötzlich geöffnet. Ich war dankbar, dass ich sie nicht abgeschlossen hatte, nachdem ich Lee hereingelassen hatte. Adrian trat ein und blieb wie angewurzelt stehen, als er die Szene vor sich sah. Kommen Sie nicht näher, warnte ihn Lee und drückte das Messer wieder gegen meine Kehle. Ich spürte, dass warmes Blut aus meinem Arm sickerte. Schließen Sie die Tür. Dann. setzen Sie sich und legen Sie die Hände hinter den Kopf, sonst werde ich Sie töten. Er wird es ohnehin tun. Ah. Meine Worte brachen ab, als das Messer meine Haut durchdrang allerdings nicht genug, um mich jetzt schon zu töten, aber ausreichend, um mir Schmerz zuzufügen. Okay, okay, sagte Adrian und hielt die Hände hoch. Er wirkte ernster, als ich ihn je erlebt hatte. Als er sich auf den Boden gesetzt und die Hände wie befohlen hinter den Kopf genommen hatte, fügte er sanft hinzu Lee, ich weiß nicht, was Sie da tun, aber Sie müssen jetzt sofort damit aufhören, bevor es noch weitergeht. Sie haben keine Pistole. Mit einem Messer können Sie uns beide nicht wirklich festhalten. Es hat schon früher funktioniert, widersprach Lee. Ohne das Messer sinken zu lassen, griff er mit der anderen Hand in seine Manteltasche und holte ein paar Handschellen hervor. Damit hatten wir nicht gerechnet. Er schob sie Adrian hin. Legen Sie die an. Als Adrian nicht sofort reagierte, drückte Lee das Messer fester in mein Fleisch, bis ich aufheulte. Sofort. Adrian legte sich die Handschellen an. Die waren eigentlich für Sie gedacht, aber Ihr Erscheinen könnte durchaus ein Vorteil sein, meinte Lee. Ich werde wahrscheinlich Hunger haben, sobald ich wieder erweckt bin. Adrian zog eine Augenbraue hoch. Wieder erweckt? Er war früher ein Strigoy, gelang es mir zu sagen. Er hat Mädchen getötet, in die Kehle aufgeschlitzt, um zu versuchen, wieder einer zu werden. Seien Sie still fuhr Lee mich an. Warum haben Sie denen die Kehle aufgeschlitzt? fragte Adrian. Sie verfügen doch über Reißzähne. Weil es nicht funktioniert hat. Ich habe meine Reißzähne ja benutzt. Ich habe von ihnen getrunken, aber es hat nicht funktioniert. Ich bin nicht wieder erwacht. Also musste ich danach meine Spuren verwischen. Die Wächter können es erkennen. Mora und Strigerbisse? Ich brauchte das Messer ohnehin, um sie im Schach zu halten. Also habe ich ihn danach den Hals aufgeschlitzt, um die Spur zu verwischen. Die Wächter sollten denken, ich sei ein verrückter Stryguy oder ein Vampirjäger. Ich konnte erkennen, wie Adrian das alles verarbeitete. Ich wusste zwar nicht, ob er es glaubte oder nicht, aber er hatte das Potenzial, sich auf verrückte Ideen einzulassen. Wenn es bei den anderen nicht funktioniert hat, dann wird es bei Sydney auch nicht funktionieren. Es muss, sagte Lee inbrünstig. Er bewegte sich so, dass ich mich auf den Rücken rollen konnte, obwohl mich sein größeres Körpergewicht immer noch festhielt. Ihr Blut ist etwas Besonderes, ich weiß es. Und wenn es nicht gelingt, werde ich Hilfe holen. Ich werde Hilfe holen, um wieder zu erwachen, und dann werde ich Jill erwecken, damit wir für immer zusammen sein können. Adrian sprang auf, von einem überraschenden Zorn erfüllt. Jill? Sie tun ihr nichts. Sie rühren sie nicht einmal an. Setzen Sie sich, blaffte Lee. Adrian gehorchte. Ich würde ihr nichts tun. Ich liebe sie. Das ist der Grund, warum ich dafür sorgen werde, dass sie genauso bleibt, wie sie ist. Für immer. Ich werde sie erwecken, nachdem ich wieder erwacht bin. Ich versuchte Adrians Blick aufzufangen und fragte mich, ob ich eine stumme Botschaft übermitteln konnte. Wenn wir uns beide gleichzeitig auf Lee stürzten, selbst wenn Adrian gefesselt war, dann hatten wir vielleicht eine Chance gegen ihn. Lee war nur Sekunden davon entfernt, mir die Kehle aufzuschlitzen. Davon war ich überzeugt, in der Hoffnung auf … Auf was? Dass er mein Blut trinken und ein Strigoy werden konnte? Lee, sagte ich mit leiser Stimme. Eine zu heftige Bewegung meiner Kehle und das Messer würde sich noch tiefer einschneiden. Es hat doch schon bei den anderen nicht funktioniert … Ich glaube nicht, dass es von Belang ist, ob ich eine Alchemistin bin oder nicht. Was immer der Geistbenutzer getan hat, um sie zu retten. Sie können nicht mehr zurück. Es spielt keine Rolle, wessen Blut Sie trinken. Er hat mich nicht gerettet, brüllte Lee. Er hat mein Leben ruiniert. Ich versuche seit sechs Jahren, es zurückzubekommen. Fast bin ich schon für den letzten Ausweg bereit gewesen. Bis Sie und Keith aufgetaucht sind. Und diese letzte Option bleibt mir noch. Aber ich will nicht, dass es dazu kommt, um unser aller willen. Ich war also nicht der letzte Ausweg? Ehrlich, ich konnte nicht erkennen, inwiefern irgendwelche anderen Alternativpläne für mich noch schlimmer sein konnten. Unterdessen sah Adrian nach wie vor nicht zu mir herüber, was mich frustrierte, bis mir klar wurde, was er zu tun versuchte. Das ist ein Fehler, sagte er zu Lee. Sehen Sie mich an. Und sagen Sie mir, dass Sie ihr das wirklich antun wollen? Ob gefesselt oder nicht, Adrian hatte nicht die Schnelligkeit und Stärke eines Dampiers, also einer Person, die aufspringen und Lee entwaffnen konnte, bevor das Messer seine Arbeit getan hatte. Adrian verfügte auch nicht über ein physisches Element wie zum Beispiel Feuer, das als konkrete Waffe eingesetzt werden konnte. Adrian besaß jedoch die Fähigkeit, Zwang einzusetzen. Zwang war eine allen Vampir angeborene Fähigkeit, sowie eine, auf die sich besonders Geistbenutzer verstanden. Leider funktionierte er am besten bei Blickkontakt, und Lee spielte nicht mit. Seine ganze Aufmerksamkeit galt mir, was Adrians Bemühungen vereitelte. Ich habe meine Entscheidung schon vor langer Zeit getroffen, erklärte Lee. Mit der freien Hand tauchte er die Finger in den blutigen Fleck auf meinem Arm. Er führte die Fingerspitzen an die Lippen mit einem Ausdruck grimmiger Resignation auf dem Gesicht. Dann leckte er Blut von seiner Hand, was nicht annähernd so ekelhaft für mich war, wie es das unter anderen Umständen hätte sein können. Da im Augenblick aber so viel passierte, war es wirklich nicht schrecklicher als der Rest und perlte einfach von mir ab. Ein Ausdruck großen Schocks und absoluter Überraschung glitt über Lies Züge und verwandelte sich sehr bald in Abscheu. Nein! stieß er hervor und wiederholte die Bewegung, rieb mehr Blut auf seine Finger und leckte es dann ab. Das stimmt, da stimmt etwas nicht. Er legte die Lippen an meinen Hals und ich wimmerte und fürchtete das Unvermeidliche. Aber es waren nicht seine Zähne, die ich spürte, nur eine kaum merkliche Berührung seiner Lippen und seiner Zunge auf der Wunde, die er geschaffen hatte. So etwas wie eine Art perverser Kuss. Er zuckte sofort zurück und starrte mich voller Entsetzen an. Was stimmt nicht mit Ihnen? flüsterte er. Was stimmt nicht mit Ihrem Blut? Er unternahm einen dritten Versuch, mein Blut zu kosten, brachte ihn aber nicht zu Ende. Er runzelte die Stirn. Ich kann es nicht. Ich vertrage es nicht. Warum? Weder Adrian noch ich hatten eine Antwort. Lee sackte für einen Moment mutlos zusammen. Und ich gestattete mir plötzlich eine Überlegung, dass er vielleicht einfach aufgeben und diesen ganzen Wahnsinn abbrechen würde. Mit einem tiefen Atemzug richtete er sich dann jedoch auf, neue Entschlossenheit in den Augen. Ich verkrampfte mich und rechnete halb damit, dass er sagen würde, er werde jetzt von Adrian trinken, obwohl anscheinend ein Mora auf der Speisekarte seiner vergangenen Fehlschläge gestanden hatte. Zwei, wenn man Melody mitzählte. Stattdessen zog Lee sein Handy aus der Tasche, wobei er das Messer immer noch an meinem Hals hielt und mich dadurch an jeder Art von Fluchtversuch hinderte. Er wählte eine Nummer und wartete auf Antwort. Don, ich bin es, Lee. Ja. Ja, ich weiß. Also ich habe zwei für euch, bereit und wartend. Ein Mora und eine Archimistin. Nein, nicht der alte Mann. Ja. Ja, sie leben noch. Es muss heute Nacht sein. Sie wissen Bescheid über mich. Ihr könnt sie haben. Aber du kennst den Deal. Du weißt, was ich will. Ja? Hm? Okay. Lee rasselte unsere Adresse herunter und legte auf. Ein erfreutes Lächeln glitt über sein Gesicht. Wir haben Glück. Sie sind östlich von L.A., also werden Sie nicht lange brauchen, bis Sie hier sind. Vor allem, da Sie nicht viel Rücksicht auf Geschwindigkeitsbegrenzungen nehmen. Wer sind Sie? fragte Adrian. Ich erinnere mich daran, dass Sie in L.A. irgendeine Dawn angerufen haben. Ich hatte gedacht, Sie sei eine Ihrer heißen College-Freundinnen. Sie sind die Schöpfer vom Schicksal, antwortete Lee träumerisch. Wie entzückend rätselhaft und vollkommen unsinnig, murmelte Adrian. Lee funkelte ihn an. Dann musterte er Adrian eindringlich. Nehmen Sie Ihre Krawatte ab. Ich hatte inzwischen so viel Zeit mit Adrian verbracht, dass ich auf eine Bemerkung gefasst war wie, Oh, freut mich zu wissen, dass es nicht mehr so förmlich zugeht. Anscheinend war die Situation so ernst und das Messer an meiner Kehle wirklich vorhanden, dass Adrian keine Einwände erhob. Er hatte seine Handgelenke vor dem Oberkörper gefesselt und mit einigen komplizierten Manövern seiner Hände gelang es ihm schließlich, die Krawatte zu lockern, die er zu Jills Show angelegt hatte. Er warf sie herüber. »Vorsicht,« sagte Adrian, »das ist Seide.« Also nicht ganz ohne Sarkasmus. Lee rollte mich auf den Bauch und befreite mich endlich von dem Messer, gab mir aber keine Zeit zu reagieren. Bemerkenswert geschickt hatte er mir schon bald mit Adrians Krawatte die Hände hinter dem Rücken gefesselt. Das bedeutete, dass er an meinem Arm herumzerren musste, was wegen der Messerwunde ziemlich weh tat. Als er fertig war, trat er zurück und erlaubte mir, mich zaghaft aufzusetzen. Aber als ich versuchsweise an der Krawatte zog, stellte sich heraus, dass ich diesen Knoten nicht allzu bald würde öffnen können. Voller Unbehagen fragte ich mich, wie viele Mädchen er in seinem kranken Versuch, ein Striger zu werden, wohl schon gefesselt haben mochte. Ein unheimliches verlegenes Schweigen senkte sich herab, während wir darauf warteten, dass Lies Schöpfer von Schicksal auftauchten. Die Minuten verrannen, und ich versuchte hektisch herauszufinden, was ich tun sollte. Wie viel Zeit blieb uns noch, bis die Leute eintrafen, die er angerufen hatte? Nach dem, was er mir erzählt hatte, schätzte ich, dass wir mindestens eine Stunde hatten. In einem Anflug von Kühnheit versuchte ich endlich eine Verbindung zu Adrian herzustellen und hoffte abermals, dass wir uns vielleicht heimlich gegen Lee zusammentun konnten. Obwohl unsere Erfolgschance soeben erheblich gesunken war, da unser beide Hände gefesselt waren. Wie bist du überhaupt hergekommen? fragte ich. Adrian ließ Lee nicht aus den Augen, immer noch in der Hoffnung auf einen direkten Blickkontakt, aber trotzdem schenkte er mir einen schnellen, schiefen Blick. Auf die gleiche Weise, wie ich überall hinkomme, Sage. Mit dem Bus. Warum? Weil ich kein Auto habe. Adrian. Erstaunlich. Obwohl unser Leben in Gefahr war, konnte er mich immer noch auf die Palme bringen. Er zuckte die Achseln und konzentrierte sich wieder auf Lee, obwohl seine Worte offensichtlich mir galten. Um mich zu entschuldigen, weil ich mich bei Jills Show dir gegenüber wie ein ziemlich großes Arschloch benommen habe. Nicht lange nachdem du gegangen bist, wusste ich, dass ich nach dir suchen musste. Beredt hielt er inne und schaute sich um. Ich nehme an, keine gute Tat bleibt ungestraft. Plötzlich wusste ich nicht weiter. Dass Lee zum Psychopathen geworden war, war gewiss nicht meine Schuld, aber es bekümmerte mich doch, dass Adrian in diese Lage hatte geraten müssen, nur weil er hergekommen war, um sich bei mir zu entschuldigen. Schon gut, du warst nicht, ähm, so schlimm, erwiderte ich matt und hoffte, dass es ihm dadurch besser ging. Ein kleines Lächeln umspielte seine Lippen. Du bist eine miserable Lügnerin, Sage, aber ich bin dennoch gerührt, dass du es um meinetwillen versuchst. Eine Eins für die Bemühung. Ja, hm. was bei der Show passiert ist, wirkt im Licht der gegenwärtigen Situation irgendwie geringfügig, murmelte ich. Also ist es leicht zu verzeihen. Die Falte zwischen Lise Braun war tiefer geworden, während er uns zugehört hatte. Wissen die anderen, dass sie hier sind? fragte Adrian. Nein, antwortete Adrian. Ich habe gesagt, ich würde zu Clarence zurückfahren. Ich wusste nicht, ob er log oder nicht. Für einen Moment dachte ich, dass es keine Rolle spielte. Die anderen hatten mich sagen hören, dass ich hierher führe, aber keiner von ihnen hatte einen Grund, nach uns zu suchen. Kein Grund mit Ausnahme des Bandes. Ich schnappte nach Luft und sah Adrian in die Augen. Er wandte den Blick ab, vielleicht aus Angst, davor zu verraten, was ich gerade begriffen hatte. Es spielte keine Rolle, ob die Bande gewusst hatte, wo ich vorher gewesen war. Wenn Jill mit Adrian verbunden war, würde sie es jetzt wissen, und sie würde wissen, dass wir in Schwierigkeiten steckten. Aber das setzte voraus, dass es eine der Gelegenheiten war, bei denen sie in seinen Geist blicken konnte. Sie hatten beide zugegeben, dass das Band unbeständig war und dass starke Emotionen es hervorholen konnten. Nun, wenn das keine stark emotionale Situation war, dann würde mir auch nichts mehr einfallen. Selbst wenn sie begriff, was geschah, waren doch eine Menge Wenns im Spiel. Jill würde herkommen müssen, und das konnte sie nicht allein. Die schnellste Reaktion würde sie erzielen, wenn sie die Polizei verständigte. Aber vielleicht würde sie zögern, wenn sie wüsste, dass dies eine Vampirangelegenheit war. Sie würde Eddies Hilfe benötigen. Wie lange würde sie brauchen, ihn zu holen, wenn sie alle wieder in ihrem Wohnheim waren? Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, dass wir am Leben bleiben mussten. Denn in diesem Fall würde Jill auf die eine oder andere Weise Hilfe beschaffen. Nur konnte ich nicht einschätzen, wie hoch unsere Überlebenschancen waren. Adrian und ich waren beide gefesselt, gefangen von einem Mann, der keine Angst hatte, mit einem Messer zu töten, und der sich verzweifelt wünschte, wieder ein Strigoi zu werden. Das war eine schlechte Kombination, und sie drohte noch dramatischer zu werden. Wer kommt her, Lee? fragte ich. Wen haben Sie angerufen? Als er nicht antwortete, machte ich den nächsten logischen Schritt. Strigoy. Sie lassen Strigoy herkommen. Es ist die einzige Möglichkeit, antwortete er, während er sein Messer von einer Hand in die andere warf. Die einzige Möglichkeit, die es jetzt noch gibt. Tut mir leid. Ich kann so nicht weitermachen. Ich kann nicht länger sterblich sein. Es ist schon viel zu viel Zeit verstrichen. Natürlich. Mora konnten auf zweierlei Weise zu Strigoi werden. Eine Methode war das Trinken des Blutes einer anderen Person, die man dabei tötete. Das hatte Lee versucht, und er hatte jede Kombination von Opfern benutzt, an die er herankommen konnte. Doch er war gescheitert. Dann blieb ihm eine letzte verzweifelte Möglichkeit: die Verwandlung durch einen anderen Strigoi. Für gewöhnlich geschah es mit Gewalt, wenn ein Strigoi jemanden tötete und dem Opfer dann sein eigenes Blut einflößte. Das wollte Lee sich jetzt antun lassen. Und er würde unser Leben dafür eintauschen. Und dann wollte er es Jill antun, aus einer verrückten, irrgeleiteten Liebe heraus. Aber das ist es nicht wert, sagte ich. Verzweiflung und Angst ließen mich kühn werden. Es ist es nicht wert, Unschuldige zu töten und ihre Seele in Gefahr zu bringen. Lees Blick fiel auf mich. Ein Ausdruck von solch erschreckender Gleichgültigkeit lag darin, dass ich Mühe hatte, diese Person vor mir mit dem Mann in Verbindung zu bringen, den ich nachsichtig angelächelt hatte, als herr Jill den Hof machte. »Ach nein, Sidney, woher wollen Sie das wissen? Sie haben sich den größten Teils Ihres Lebens jeden Genuss versagt. Sie stehen abseits der anderen. Sie haben sich nie gestattet, selbstsüchtig zu sein. Und sehen Sie sich an, wohin Sie das geführt hat. Ihre Moral hat Ihnen ein kurzes, strenges Leben eingetragen.« können Sie mir jetzt, so kurz vor Ihrem Tod, tatsächlich sagen, dass Sie sich nicht wünschten, Sie hätten sich vielleicht ein klein wenig mehr Spaß gegönnt? Aber die unsterbliche Seele. Was schert mich die? unterbrach er mich. Warum sollte man sich die Mühe machen, ein elendes, eingeschränktes Leben auf dieser Welt zu führen, in der Hoffnung, dass unsere Seelen vielleicht in ein himmlisches Reich hinübergehen, wenn ich doch jetzt gleich die Kontrolle ergreifen kann, um sicherzustellen, dass ich für immer auf dieser Welt bleibe, mit all ihren Freuden. Dass ich für immer jung und stark bleiben werde, das ist die Wirklichkeit. Das ist etwas, an das ich glauben kann. Es ist Unrecht, wandte ich ein. Das ist es nicht wert. Das würden Sie nicht sagen, wenn Sie erlebt hätten, was ich erlebt habe. Wenn Sie ein Striger gewesen wären, würden Sie das auch nie wieder verlieren wollen. Wie haben Sie es verloren? hakte Adrian nach. Welcher Geistbenutzer hat Sie gerettet? Lee schnaubte. Sie meinen, mich beraubt? Ich weiß es nicht. Alles ging so schnell, aber sobald ich ihn finde, werde ich... Ah! Ein Jahrbuch ist nicht die großartigste aller Waffen. Vor allem nicht, wenn es die Größe des Jahrbuchs der Emberwood hat. Aber in einer Zwangslage und mit dem Moment der Überraschung kann es genügen. Zuvor hatte ich bemerkt, dass ich die Knoten nicht so bald öffnen konnte. Das stimmte auch. Ich hatte die ganze Zeit dafür gebraucht, aber ich hatte es schließlich geschafft. Aus welchem Grund auch immer, das Knotenschürzen stand jedenfalls als eine nützliche Fähigkeit auf dem Alchemistenlehrplan, eine, die ich während meiner Kindheit mit meinem Vater geübt hatte. Sobald ich mich von Adrians Krawatte befreit hatte, griff ich nach dem erstbesten, was mir in die Hände kam. Kelly's Juniorjahrbuch ich sprang auf und ließ es auf Lee's Kopf niederkrachen. Er zuckte zurück und ließ dabei das Messer fallen. Ich nutzte die Gelegenheit, rannte durchs Wohnzimmer und packte Adrian am Arm. Er brauchte keine Hilfe meinerseits und versuchte bereits, sich hochzurappeln. Wir kamen nicht weit, bevor Lee wieder über uns war. Das Messer war irgendwohin verschwunden und er verließ sich einfach auf seine eigene Stärke. Er packte mich und riss mich von Adrian weg, eine Hand auf meinem verletzten Arm, und eine in meinem Haar, so dass ich stolperte. Adrian eilte hinter uns her und tat sein Bestes, um Lee zu schlagen, selbst mit gefesselten Händen. Wir waren vielleicht nicht die effizienteste Streitmacht, aber wenn wir Lee nur einen Moment aufhalten konnten, bestand eine Chance, dass wir es aus der Wohnung schaffen würden. Lee war von uns beiden abgelenkt und versuchte gleichzeitig gegen uns zu kämpfen und uns abzuwehren. Ungebeten fiel mir Eddys Lektion wieder ein, dass ein gut platzierter Boxhieb auch jemanden, der stärker war als man selbst, ernsthaften Schaden zufügen konnte. Binnen Sekunden erfasste ich die Situation und war der Ansicht, eine Lücke gefunden zu haben. Ich schloss die Hand, wie Eddie es mich in jener schnellen Lektion gelehrt hatte, und positionierte meinen Körper auf eine Weise, die das Gewicht auf eine effiziente Weise nutzen sollte. Dann holte ich aus. Au! Vor Schmerz heulte ich auf, als meine Faust Lee traf. Wenn das die sichere Art und Weise war zu boxen, konnte ich mir nicht vorstellen, wie sehr ein nachlässiger Hieb schmerzen würde. Glücklicherweise schien es Lee genauso große Schmerzen zu bereiten, wenn nicht mehr. Er stolperte zurück und gegen den Fernsehsessel, verlor das Gleichgewicht und ging zu Boden. Zwar war ich über das, was ich getan hatte, ein wenig verblüfft, aber Adrian war noch immer in Bewegung. Lee's gegenwärtige Orientierungslosigkeit ausnutzend stieß er mich zur Tür. Kommen Sie, Sage, das ist es jetzt! Wir eilten zur Tür und wollten fliehen, während Lee uns Schimpfworte nachrief. Ich streckte die Hand nach dem Knauf aus, aber die Tür öffnete sich, bevor ich ihn berührt hatte. Und zwei Strigoy betraten den Raum. Kapitel 25 als wir damals nach Palm Springs gekommen waren, hatte ich mich über Keith lustig gemacht und ihn damit aufgezogen, dass er in der Gegenwart von Morrow erstarre. Aber jetzt, im Angesicht von Albträumen, wusste ich genau, wie er sich gefühlt hatte. Ich hatte kein Recht, jemanden dafür zu verurteilen, dass ihm sämtliches vernünftige Denken abhanden kam, wenn er mit seinen größten Ängsten konfrontiert wurde. Daher glaube ich, dass Keith, wäre er hier gewesen... Verstanden hätte, warum Maurer für mich keine gar so große Sache mehr waren. Denn verglichen mit Strigoi wurden plötzlich die kleinen Unterschiede zwischen Menschen und Maura vernachlässigbar. Nur ein einziger Unterschied zählte noch, der Unterschied zwischen den Lebenden und den Toten. Diese Grenze war es, die uns voneinander trennte. Eine Grenze, auf deren einer Seite Adrian und ich fest zusammenstanden. Jenen gegenüber, die sich auf der anderen Seite befanden. Ich hatte schon früher Strygoy gesehen. Damals hatten sie mich nicht direkt bedroht. Außerdem waren Rose und Dimitri in der Nähe gewesen, die mich jederzeit beschützt hätten. Und jetzt? Niemand war hier, der uns retten konnte. Nur wir selbst. Es waren nur zwei, aber es hätten ebenso gut 200 sein können. Strygoy operierten auf einem so andersartigen Niveau als wir übrigen, dass nicht sehr viele von ihnen nötig waren, um das Gleichgewicht völlig zu verschieben. Beides waren Frauen und sahen aus, als seien sie in den Zwanzigern gewesen, als sie Strigau geworden waren. Wie lange das zurücklag, konnte ich nicht erraten. Lee hatte die ganze Zeit über voller Inbrunst darüber gesprochen, dass man als Strigau für immer jung war. Doch als ich diese beiden Ungeheuer vor mir hatte, sah ich in ihnen keine jungen Frauen. Sicher, oberflächlich betrachtet, mochten sie jugendlich erscheinen, aber dieses Bild wurde durch Bösartigkeit und Verfall verschandelt. Ihre Haut mochte faltenlos sein, aber sie war von einem kränklichen Weiß, viel weißer als die eines jeden Mora. Die rot gerenderten Augen, die uns lüstern musterten, funkelten nicht vor Leben und Energie, sondern eher in einer unheiligen Art von Wiederbelebung. Diese Leute waren wahrhaft wieder natürlich. Entzückend, sagte die eine Frau, die einen blonden Kurzhaarschnitt hatte. Ihre Gesichtsstruktur brachte mich auf den Gedanken, dass sie vor ihrer Verwandlung ein Vampir oder ein Mensch gewesen sein konnte. Sie musterte uns auf die gleiche Weise, wie ich die Katze, die zu meiner Familie gehörte, häufig hatte Vögel beobachten sehen. Und genau wie beschrieben. Sie sind so hübsch, gurrte die andere. Ein lüsternes Grinsen auf dem Gesicht. Ihre Körpergröße verriet, dass sie einst eine Mora gewesen war. Ich weiß nicht, welchen ich nicht zuerst will. Die Blondine warf ihr einen warnenden Blick zu. Wir werden teilen. Wie beim letzten Mal, stimmte die andere Frau zu und warf eine Mähne gelockten schwarzen Haares über eine Schulter. Nein, sagte die Erste. Beim letzten Mal hast du beide umgebracht. Das war kein Teilen, aber ich habe dich anschließend von beiden trinken lassen. Bevor sie etwas erwidern konnte, erholte sich Lee plötzlich und taumelte auf die blonde Stryger zu. Wartet! Wartet! Don, du hast es mir versprochen. Du hast versprochen, mich erst zu erwecken, bevor du etwas anderes unternimmst. Jetzt wandten die beiden Strigoir ihre Aufmerksamkeit Lee zu. Ich war noch immer erstarrt. Noch immer außerstande, mich zu bewegen oder wirklich zu reagieren, während ich diesen Kreaturen der Hölle so nah war. Aber irgendwie gelang es mir trotzdem, durch das lastende, überwältigende Entsetzen, das mich umgab, ein schwaches, unerwartetes Mitleid für Lee zu empfinden. Natürlich war, angesichts der Situation, auch ein wenig Hass dabei, aber im Wesentlichen hatte ich schreckliches Mitgefühl mit jemandem, der wahrhaft glaubte, sein Leben sei bedeutungslos, wenn er seine Seele nicht für eine hohle Unsterblichkeit opferte. Nicht nur das. Er tat mir auch leid, weil er tatsächlich glaubte, er könne diesen Kreaturen vertrauen, dass sie bereit wären, ihm zu geben, was er wollte. Denn während ich sie betrachtete, war mir absolut klar, dass sie überlegten, ob sie jetzt eine dreigängige Mahlzeit zu sich nehmen sollten oder nicht. Vermutlich war Lee der Einzige, der das nicht begriff. Bitte! flehte er. Du hast es versprochen. Rette mich. Mach mich wieder zu dem, der ich war. Ich konnte auch nicht umhin, den kleinen roten Fleck auf seinem Gesicht zu bemerken, wo ich ihn geschlagen hatte, und gestattete mir einen Anflug von Stolz darauf, war aber nicht so dreist zu glauben, dass ich über irgendwelche erwähnenswerten Kampftechniken verfügte, um mich aus dieser Situation zu befreien. Die Strigoi waren viel zu nah, und unsere Fluchtmöglichkeiten verschwindend gering. Ich weiß, wo es mehr gibt, fügte er hinzu. Langsam zeigte sich Unbehagen auf seinem Gesicht, weil seine Retterinnen seine Träume nicht sofort wahr werden ließen. Einer ist jung, ein Dampir. Ich hatte schon seit einer ganzen Zeit keinen Dampir mehr, erklärte die Strygo mit dem gelockten Haar beinahe sehnsüchtig. »Dorn seufzte. Mir ist es eigentlich egal, Jacqueline. Wenn du ihn erwecken willst, nur zu. Ich will lediglich diese beiden. Er spielt für mich keine Rolle. Dann bekomme ich den Dampier ganz für mich allein? warnte Jacqueline sie. Schön, schön, erwiderte Dawn. Beeil dich einfach. Lys Gesicht wurde so strahlend, so glücklich, es war ekelerregend. Danke, sagte er. Ich bin dir so dankbar. Ich habe so lange darauf gewartet, dass ich nicht glauben kann, dass... Ah! Jacqueline war so schnell, dass ich kaum bemerkte, wie es geschah. Im einen Moment stand sie noch neben der Tür. Im nächsten hatte sie Lee gegen den Fernsehsessel gepresst. Lee stieß einen halb erstickten Schrei aus, als sie ihm in den Hals biss. Ein Schrei, der bald verstummte. Dawn schloss die Tür und schubste uns vorwärts. Ich zuckte bei ihrer Berührung zusammen. Also, sagte sie erheitert, wir wollen uns das doch ganz genau ansehen. Weder Adrian noch ich reagierten. Wir gingen einfach ins Wohnzimmer. Ich riskierte einen Blick auf Adrian, vermochte aber nur wenig zu erkennen. Ganz allgemein konnte er seine wahren Gefühle gut verbergen, Daher hätte es mich wohl nicht überraschen sollen, dass er abgrundtiefe Angst genauso leicht zu kaschieren in der Lage war. Weder mit seinem Gesichtsausdruck noch mit Worten sprach er mir Ermutigung zu, was ich tatsächlich irgendwie erfrischend fand. Denn diese Situation konnte wirklich kein gutes Ende nehmen. Ganz nah und gezwungen, bei Jacqueline's Übergriff zuzuschauen, erkannte ich jetzt den glückseligen Ausdruck, der sich über Lees Gesicht gelegt hatte. Es war das Schrecklichste, was ich je miterlebt hatte. Ich wollte die Augen fest zusammendrücken oder mich umdrehen, aber irgendeine Kraft, die sich meiner Kontrolle entzog, zwang mich, das schauerliche Spektakel weiter zu verfolgen. Ich hatte noch nie zuvor einem Vampir bei der Nahrungsaufnahme zugesehen, weder einem Mora noch einem Strygoy. Aber jetzt verstand ich, warum Spender wie Dorothy sich so willig darauf einließen. Endorphine wurden in dies Blutkreislauf freigesetzt, Endorphine, die sehr stark waren und ihn daher gegen die Tatsache, dass sein Leben aus ihm abfloß, blind machten. Stattdessen existierte er in einem Zustand der Glückseligkeit, verloren in einem chemischen Rausch. Oder vielleicht dachte er auch einfach daran, wie glücklich er sein würde, sobald er wieder ein Strigoy wäre, falls man unter diesen Umständen überhaupt zu einem bewussten Gedanken fähig war. Ich verlor jegliches Gefühl dafür, wie lange es dauerte, Lee leer zu trinken. Jeder Moment war qualvoll für mich, so als erlitte ich den Schmerz, den Lee fühlen sollte. Die Prozedur schien eine Ewigkeit zu dauern, und doch haftete dem Ganzen auch ein merkwürdiger Ausdruck von Schnelligkeit an. Es fühlte sich falsch an, dass ein Körper so schnell leer getrunken werden konnte. Jacqueline sog stetig und hielt nur einmal inne, um zu bemerken, »Sein Blut ist nicht so gut, wie ich erwartet hatte.« »Dann hör doch auf«, schlug Dawn vor, der offenbar langweilig wurde. »Lass ihn einfach sterben und trink mit mir von diesen beiden.« Jacqueline machte ein Gesicht, als denke sie tatsächlich darüber nach, was mich wieder mal daran erinnerte, was für ein Nah-Lee gewesen war, sein Vertrauen in diese beiden zu setzen. Nach einer Weile zuckte sie die Achseln. »Ich bin fast fertig.« und er soll mir wirklich diesen Dampier besorgen. Jacqueline fuhr weiter fort zu trinken, aber wie sie gesagt hatte, es dauerte nicht mehr lange. Inzwischen war Lee beinahe so bleich wie die Strigoy selbst, und seine Haut zeigte Anzeichen einer eigenartigen Überbeanspruchung. Er wirkte jetzt vollkommen reglos. Sein Gesicht schien in einem Grinsen erstarrt zu sein, das ebenso von Schock wie von Glück kündete. Jacqueline hob den Kopf, wischte sich den Mund ab und betrachtete voller Freude ihr Opfer. Dann schob sie ihren Blusenärmel nach oben und legte die Nägel auf sein Handgelenk. Bevor sie jedoch ihr eigenes Fleisch aufreißen konnte, entdeckte sie etwas. Ah, viel ordentlicher. Sie trat weg, beugte sich vor und griff nach Lies Messer. Es war bei unserer Auseinandersetzung unter das Sofa gerutscht. Jacqueline nahm es und schlitzte sich mühelos das Handgelenk auf, so dass dunkelrotes Blut herausquoll. Ich hatte erwartet, dass ihr Blut dem meinem nicht so ähnlich wäre. Es hätte schwarz sein sollen oder ätzend. Sie legte ihr blutendes Handgelenk auf Lies Mund und drückte seinen Kopf zurück, so dass die Schwerkraft den Blutfluss unterstützte. Jedes Grauen, das ich heute Abend erlebt hatte, war schlimmer als das vorangegangene. Der Tod war schrecklich, aber er war auch ein Teil der Natur. Doch dies hier? Das war kein Teil eines natürlichen Plans. Ich würde gleich die größte Sünde der Welt mit ansehen, die Korruption der Seele durch schwarze Magie, um die Toten wiederzubeleben. Plötzlich fühlte ich mich am ganzen Leib schmutzig. Ich wünschte, ich hätte wegrennen können. Ich wollte das nicht sehen. Ich wollte nicht mit ansehen müssen, wie der Mann, den ich einst als so etwas wie ein Freund betrachtet hatte, sich plötzlich als Perversion der Natur erhob. Eine Berührung an meiner Hand ließ mich zusammenzucken. Es war Adrian. Sein Blick war auf Lee und Jacqueline gerichtet, aber er hatte meine Hand ergriffen und drückte sie nun, obwohl er noch immer gefesselt war. Die Wärme seiner Haut überraschte mich. Auch wenn ich wusste, dass Mora ebenso lebendige, warmblütige Geschöpfe waren wie ich, hatte ich aufgrund meiner irrationalen Ängste doch immer erwartet, dass sie sich kalt anfühlen müssten. Genauso überraschend war der plötzliche Trost und das Gefühl der Verbundenheit, die in dieser Berührung lagen. Es war keine Berührung, die besagte: Hey, ich habe einen Plan, also halt durch, denn wir werden aus dieser Sache wieder rauskommen. Es war eher eine, die einfach besagte Du bist nicht allein. Das war wirklich das Einzige, was er zu bieten hatte. Und in diesem Augenblick war es genug. Dann geschah etwas Seltsames, oder vielmehr, es geschah nicht. Jacquelines Blut floss stetig in Lies Mund, und obwohl wir nicht viele dokumentierte Fälle von Strager Verwandlungen hatten, waren mir die wesentlichen Tatsachen doch bekannt. Das Blut des Opfers wurde bis auf den letzten Tropfen getrunken, und dann gab der Strigoi, der das Opfer getötet hatte, dem Verstorbenen etwas von seinem Blut zurück. Ich wusste nicht genau, wie lange diese Prozedur dauerte. Gewiss verlangte sie nicht das gesamte Blut des Strigoi. Aber an irgendeinem Punkt hätte Lee sich doch Regen und als einer der wandelnden Toten auferstehen müssen. Jacquelines kühler, selbstgefälliger Gesichtsausdruck wich allmählich der Neugier und dann einer offenen Verwirrung. Fragend sah sie Dawn an. Weshalb dauert das so lange? fragte diese. Keine Ahnung, antwortete Jacqueline und wandte sich wieder Lee zu. Mit der freien Hand stieß sie Lee gegen die Schulter, als könne das als Weckruf dienen. Aber nichts geschah. Hast du das noch nie gemacht? fragte Don. Doch natürlich, blaffte Jacqueline. Es hat aber nie annähernd so lange gedauert. Er sollte inzwischen auf den Beinen stehen und längst wieder rumlaufen. Irgendwas stimmt dann nicht. Ich erinnerte mich an Lees Worte. Er hatte erzählt, dass all seine verzweifelten Versuche, Unschuldigen das Leben zu nehmen, ihn nicht zurückverwandelt hatten. Ich wusste nur wenig über Geist und noch weniger darüber, wie er Strygirl wiederherstellte. Aber irgendetwas sagte mir, dass es wahrscheinlich keine Macht auf Erden gab, die in der Lage war, »Lee jemals wieder zu einem Strigoid zu machen?« Eine weitere Minute verstrich langsam, während wir zusahen und weiter warteten. Schließlich entfernte sich Jacqueline angewidert von dem Fernsehsessel und schob den Ärmel zurück. Sie bedachte Lees reglosen Körper mit einem wütenden Blick. »Irgendetwas stimmt hier nicht«, wiederholte sie, »und ich will nicht noch mehr Blut verschwenden, nur um den Grund dafür herauszufinden.« Außerdem heilt mein Schnitt bereits. Ich wünschte mir nichts mehr, als dass Dawn und Jacqueline meine Existenz vergaßen, aber die nächsten Worte schlüpften mir über die Lippen, bevor ich es verhindern konnte. Die Wissenschaftlerin in mir war zu gefesselt von der Erkenntnis. Er wurde wiederhergestellt, und das hatte eine dauerhafte Wirkung auf ihn. Die Geistmagie hat ihn irgendwie gezeichnet, und jetzt kann er nicht noch einmal verwandelt werden. Beides Drygoy sahen mich an. Ich wand mich unter dem Blick dieser roten Augen. Ich habe an diese Geistgeschichten nie geglaubt, meinte Dawn. Jacqueline jedoch war immer noch sichtlich verwirrt über ihr Scheitern. Aber irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Ich kann es nicht erklären. Er hat nicht richtig geschmeckt. Vergiss ihn, sagte Dawn. Er hat seine Chance gehabt. Er hat bekommen, was er wollte. Und jetzt mache ich weiter. Ich sah meinen Tod in ihren Augen und wollte schon nach meinem Kreuz greifen. Gott schütze mich, murmelte ich genau in dem Moment, als sie lossprang. Gegen alle Wahrscheinlichkeit wollte Adrian sie daran hindern. Oder, na ja, er versuchte jedenfalls, sie daran zu hindern. Tatsächlich hatte er sich ihr einfach in den Weg gestellt. Er besaß nicht die Schnelligkeit oder die Reaktionszeit, um sie effektiv abzublocken, und war mit seinen gefesselten Händen sogar besonders unbeholfen. Ich glaube, er hatte einfach genau wie ich gesehen, dass sie mich anspringen wollte. Und so hat er sich vorausschauend vor mich gestellt, in einem noblen, letzten Endes, aber zum Scheitern verurteilten Versuch, mich zu beschützen. Und zum Scheitern verurteilt war er selbst. Mit einer einzigen, geschmeidigen Bewegung, Stieß sie ihn zur Seite, was völlig mühelos wirkte, wodurch sie Adrian jedoch halb durch den Raum schleuderte. Mir stockte der Atem. Er stürzte zu Boden und ich schrie los. Plötzlich spürte ich einen scharfen Schmerz an meiner Kehle. Ohne innezuhalten hatte Dorn mich gepackt und fast von den Füßen gehoben, um an meinen Hals zu kommen. Ich sprach ein weiteres hektisches Gebet, als dieser Schmerz sich ausbreitete. Aber binnen Sekunden verschwand sowohl das Gebet als auch der Schmerz aus meinem Kopf. An ihre Stelle trat ein unglaublich süßes Gefühl der Zufriedenheit, des Glücks und des Staunens. Ich hatte keine Gedanken mehr, bis auf die Tatsache, dass ich mich plötzlich in dem wonnevollsten, köstlichsten Zustand befand, den man sich nur vorstellen konnte. Ich wollte mehr davon. Mehr, mehr, mehr. Ich wollte darin ertrinken, wollte mich selbst vergessen, wollte alles um mich herum vergessen. Uh, rief ich aus, als ich plötzlich und unerwartet auf dem Boden landete. Immer noch in diesem wonnevollen Nebel befangen, verspürte ich keinen Schmerz, jedenfalls noch nicht. Genauso schnell, wie sie mich gepackt hatte, hatte Dorn mich auch wieder fallen lassen und von sich weggestoßen. Instinktiv streckte ich einen Arm aus, um meinen Sturz abzufangen, scheiterte jedoch. Ich war zu schwach und zu orientierungslos und fiel ohne jede Anmut auf den Teppich. Dawn strich sich mit den Fingern über die Lippen, während ein Ausdruck des Zorns ihre bereits grauenvollen Züge verzerrte. Was? sagte sie scharf. Was war das? Mein Gehirn funktionierte noch nicht wieder richtig. Ich hatte nur ganz kurz eine Dosis Endorphine bekommen, doch sie reichte trotzdem aus, mir die Sinne zu verwirren. Ich hatte keine Antwort für sie. Was ist los? rief Jacqueline und kam herbeistolziert. Sie blickte verwirrt zwischen Dorn und mir hin und her. Dorn runzelte die Stirn und spuckte dann etwas auf den Boden. Es war rot von meinem Blut. Ekelhaft. Ihr Blut? Es war schrecklich. Ungenießbar widerlich. Sie spuckte erneut aus. Jacquelines Augen weiteten sich. Genau wie bei dem anderen, siehst du, ich habe es dir doch gesagt. Nein, Dawn schüttelte den Kopf. Es kann unmöglich das Gleiche sein. Du hättest niemals so viel von ihr trinken können. Abermals spuckte sie aus. Sie hat nicht einfach unheimlich oder schlecht geschmeckt. Es war eher so, als sei das Blut besudelt. Als Dawn Jacquelines skeptischen Blick sah, boxte sie ihr gegen den Arm. Glaubst du mir nicht? Koste sie doch selbst. Jacqueline machte zögernd einen Schritt auf mich zu. Dann spuckte Dawn erneut aus, und das musste die andere Striger irgendwie überzeugt haben, so dass sie nichts mit mir zu tun haben wollte. Ich will keine zweitklassige Mahlzeit. Verdammt. Das wird langsam absurd. Jacqueline schaute zu Adrian hinüber, der vollkommen reglos dastand. Zumindest haben wir ihn. Falls er nicht auch verdorben ist, murrte Dawn. Ich kam wieder zu Sinn, und für eine halbe Sekunde fragte ich mich, ob wir diese Sache auf irgendeine irrsinnige Art und Weise überleben könnten. Vielleicht würden uns die Strigo ja tatsächlich als verdorbene Mahlzeiten abschreiben, aber nein. Noch während ich mir diesen hoffnungsvollen Gedanken gestattete, Wusste ich auch, dass sie uns, selbst wenn sie nicht von uns tranken, nicht am Leben lassen würden. Sie hatten keinen Grund einfach zu gehen. Sie würden uns als sportliche Übung töten, bevor sie verschwanden. Mit derselben bemerkenswerten Schnelligkeit sprang Jacqueline auf Adrian zu. Zeit, es herauszufinden! Ich schrie auf, als Jacqueline Adrian an die Wand presste und ihm in den Hals biss. Sie tat es nur einige Sekunden lang, nur zum Abschmecken. Dann hob sie den Kopf, hielt inne und genoss das Blut. Ein träges Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus, während ihre blutverschmierten Reißzähne sichtbar wurden. Der hier ist gut, sehr gut sogar, entschädigt für die anderen. Sie strich ihm mit den Fingern über die Wange. Aber welch eine Schande. Er ist so süß. Dawn stolzierte auf die beiden zu. Lass mich kosten, bevor du alles nimmst. Jacqueline ignorierte sie jedoch und beugte sich wieder zu Adrian vor, dessen Augen jetzt vollkommen glasig waren. In der Zwischenzeit war ich hinreichend frei von den Endorphinen, so dass ich wieder klar denken konnte. Niemand beachtete mich. Ich versuchte aufzustehen und spürte, wie sich die Welt um mich drehte. Ohne mich aufzurichten, gelang es mir zu meiner Handtasche zu kriechen die vergessen am Rand des Wohnzimmers lag. Jacqueline hatte wieder von Adrian getrunken, aber nur kurz, bevor Dawn sie wegzog und verlangte, dass sie ihr Platz mache, damit sie sich den Geschmack meines Blutes aus dem Mund waschen konnte. Selbst darüber erschrocken, wie schnell ich mich bewegte, stöberte ich in meiner geräumigen Handtasche herum und suchte verzweifelt nach irgendetwas, das vielleicht helfen würde. Irgendein kalter, logischer Teil von mir sagte, dass wir das unmöglich überleben konnten. Aber ich würde auf keinen Fall einfach dasitzen und zusehen, wie sie Adrian auslehrten. Ich musste kämpfen. Ich musste versuchen, ihn zu retten. Gerade so, wie er es bei mir getan hatte. Und es spielte keine Rolle, ob ich bei diesem Bemühen scheiterte oder sogar starb. Irgendwie musste ich es versuchen. Einige Alchemisten trugen Waffen bei sich, aber nicht ich. Meine Tasche war riesig und enthielt mehr Dinge, als ich wirklich brauchte. Aber nichts darin ähnelte einer Waffe. Selbst im gegenteiligen Fall waren die meisten Waffen nutzlos gegen Strigoy. Eine Waffe würde sie vielleicht für kurze Zeit aufhalten, aber nicht töten. Nur silberne Pflöcke, Enthauptung und Feuer konnten einen Strigoy töten. Feuer. Ich schloss die Hand um das Amulett, das ich für Mr. Williger angefertigt hatte. Ich hatte es in meine Handtasche gesteckt, als sie es mir gegeben hatte, unsicher, was ich damit anfangen sollte. Ich konnte nur vermuten, dass Blutverlust und wirre Gedanken mich dazu trieben, das Amulett jetzt herauszunehmen und die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, es zu benutzen. Allein die Idee war lächerlich. Man konnte nichts benutzen, das nicht funktionierte. Es war Tant, ein wertloser Beutel mit Steinen und Blättern. Hier gab es keine Magie. Und ich war eine Närrin, überhaupt in diese Richtung zu denken. Und doch, es war eine Tasche mit Steinen. Zwar keine schwere, aber gewiss reichte das Gewicht aus, um die Aufmerksamkeit einer der beiden Frauen zu erregen, wenn ich ihr damit auf den Kopf schlug. Es war das Beste, was ich hatte, das Einzige, was ich hatte, um Adrians Tod hinauszuzögern. Ich zog den Arm zurück, zielte auf Dawn und warf. Wobei ich die törichte Beschwörung wie ein Schlachtenruf rezitierte. Entflamme, Entflamme! Es war ein guter Wurf. Miss Carson wäre stolz auf mich gewesen. Aber ich hatte keine Chance, meine sportlichen Fähigkeiten zu bewundern, denn ich war zu sehr von der Tatsache abgelenkt, dass Darn tatsächlich Feuer gefangen hatte. Mir klappte der Unterkiefer herunter, als ich das Unmögliche anstarrte. Es war kein riesiges Feuer. Es war nicht so, als sei ihr ganzer Körper von Flammen verschlungen worden. Aber wo das Amulett sie getroffen hatte, entstand ein kleines Feuer, das sich schnell in ihrem Haar ausbreitete. Sie schrie und schlug hektisch auf ihren Kopf ein. Strigoy fürchteten Feuer und für einen Moment prallte Jacqueline zurück. Dann ließ sie Adrian mit grimmiger Entschlossenheit los und schnappte sich einen Überwurf. Diesen wickelte sie um Dawns Kopf und erstickte damit die Flammen. Was zum Teufel war das denn? fragte Dawn, als sie unter der Decke zum Vorschein kam. Sofort stürzte sie in ihrem Zorn auf mich zu. In dem Moment begriff ich, dass ich nur eines erreicht hatte ich hatte meinen eigenen Tod beschleunigt. Dawn packte mich und schlug meinen Kopf gegen die Wand. Meine Welt drehte sich, mir wurde übel. Sie griff abermals nach mir, er starrte jedoch, als die Tür plötzlich aufflog. Eddie erschien dort, ein Silberpflock in der Hand. An dem, was folgte, erstaunte mich am meisten die Geschwindigkeit, mit der es vor sich ging. Es gab kein Zögern, keine langen Augenblicke zur Einschätzung der Lage und auch kein sarkastisches Geplänkel zwischen den Kämpfern. Eddie stürmte einfach herein und stürzte sich auf Jacqueline. Sie reagierte mit der gleichen Schnelligkeit und raste ihrem einzigen würdigen Feind entgegen. Nachdem sie Adrian losgelassen hatte, war er zu Boden gesunken, immer noch in den Fängen der Strigoi-Endorphine. Ich blieb weiter auf dem Boden, rutschte zu Adrian hinüber und half ihm, sich in die Sicherheit der gegenüberliegenden Seite des Wohnzimmers zu schleppen, während Eddie mit den Strigoi kämpfte. Ich bedachte sie nur mit einem kurzen Blick, der gerade lange genug dauerte, um die Natur ihrer Bewegungen zu erfassen Bewegungen wie bei einem tödlichen Tanz. Beide Strigoy versuchten Eddie zu packen, wahrscheinlich in der Hoffnung, ihm das Genick zu brechen, aber sie waren vorsichtig darauf bedacht, sich von einem Stich mit dem Silberpflock fernzuhalten. Ich sah auf Adrian hinab, der gefährlich bleich wirkte und dessen Pupillen auf die Größe von Stecknadelknöpfen geschrumpft waren. Ich hatte nur flüchtig mitbekommen, wie viel Jacqueline von ihm getrunken hatte, und wusste nicht, ob Adrians Zustand eher auf Blutverlust oder auf Endorphine zurückzuführen war. Mir geht es gut, Sage, murmelte er und blinzelte, als Schmerz ihn das Licht in den Augen. Bin aber ganz schön high. Dagegen ist das Zeug, das ich bislang benutzt habe, richtig jämmerlich. Er blinzelte abermals als habe er Mühe aufzuwachen. Seine Pupillen weiteten sich zu einer normalen Größe und schien mich dann zu fokussieren. Meine Güte, geht es dir gut? Es wird mir bald gut gehen, erwiderte ich und wollte aufstehen. Aber noch während ich sprach, überkam mich ein Schwindelgefühl und ich taumelte. Adrian tat sein Bestes, mich zu stützen, obwohl seine Bewegungen wegen der gefesselten Hände ziemlich unbeholfen waren. Wir lehnten uns aneinander, und ich hätte beinahe darüber gelacht, wie lächerlich diese Situation war. Wir versuchten beide einander zu helfen, obwohl keiner von uns in der Verfassung dazu war. Dann erregte etwas meine Aufmerksamkeit, das alle anderen Gedanken aus meinem Kopf vertrieb. Jill, flüsterte ich. Adrian folgte sofort meinem Blick zu der Stelle, wo Jill gerade im Eingang des Wohnzimmers aufgetaucht war. Es überraschte mich nicht, sie zu sehen. Eddie konnte nur hier sein, weil Jill ihm berichtet hatte, was mit Adrian geschah. Wie sie dort mit blitzenden Augen stand und Eddies Kampf mit den Strigoi zuschaute, sah sie wie eine grimmige, kampfbereite Göttin aus. Es war sowohl inspirierend als auch beängstigend. Adrian teilte meine Überlegungen. Nein, nein, Küken, murmelte er. Du bloß nichts Dummes. Kesterl muss das regeln. Sie weiß, wie man kämpft, sagte ich. Adrian runzelte die Stirn. Aber sie hat keine Waffe. Ohne eine Waffe ist sie hier nur ein Leichtgewicht. Er hatte natürlich recht. Und obwohl ich gewiss nicht wollte, dass Jill ihr Leben riskierte, musste ich doch denken, dass sie mit der richtigen Ausstattung vielleicht doch etwas tun könnte. Zumindest eine Ablenkung wäre vielleicht von Nutzen. Eddie hielt sich zwar recht gut gegen die beiden Strigoy, aber er machte auch keine Fortschritte im Kampf. Er konnte Hilfe gebrauchen. Und wir mussten dafür sorgen, dass Jill sich nicht ins Getümmel stürzte, mit nichts als ihrem Verstand als Waffe. Mir kam eine Erleuchtung. Und dann gelang es mir, mich auf die Füße zu stellen. Die Welt drehte sich noch heftiger als zuvor, aber ich konnte, ungeachtet Adrians Protesten, zur Küche schwanken. Ich hatte kaum die Spüle erreicht und den Wasserhahn aufgedreht, da gaben meine Beine unter mir nach. Ich hielt mich am Rand der Theke fest, um nicht zu stürzen. Jill. brüllte ich. Sie drehte sich zu mir herüber, sah das fließende Wasser und wusste sofort, was zu tun war. Sie hob die Hand. Plötzlich schoss der Strom aus dem Wasserhahn durch das Wohnzimmer zu Jill hinüber. Sie sammelte eine große Menge zwischen den Händen und formte es mit Magie zu einer langen Röhre. So verharrte es in der Luft eine sich kräuselnde, anscheinend aber solide Keule aus Wasser. Jill stürzte sich damit in den Kampf und rammte Jacqueline ihre Waffe aus Wasser in den Rücken. Tropfen flogen von der Keule, aber sie blieb fest genug, dass Jill einen zweiten Treffer landen konnte, bevor die Waffe endgültig zu einer Wasserfontäne explodierte. Jacqueline wirbelte herum und holte zu einem Schlag aus. Jill hatte allerdings schon damit gerechnet und ließ sich zu Boden fallen. Sie wich dem Schlag genauso aus, wie Eddie es ihr beigebracht hatte. Sie rutschte rückwärts weg aus Jacqueline's Reichweite und die Strygoy verfolgte sie, was Eddie freie Schussbahn gab. Er nutzte die Gelegenheit, wich Dawn aus und rammte Jacqueline seinen Flock in den Rücken. Ich hatte noch nie besonders viel darüber nachgedacht, aber wenn man genug Energie hinlegte, konnte ein Flock das Herz einer Person von hinten genauso mühelos durchstoßen wie von vorn. Jacqueline versteifte sich, während Eddie seinen Flock herausriss. Gerade noch gelang es ihm, der vollen Wucht eines Schlags von Dorn auszuweichen. Sie traf ihn trotzdem leicht und er geriet kurz ins Stolpern, bevor er schnell wieder sicheren Halt fand und sie ins Visier nahm. Jill war vergessen und eilte zu uns in die Küche. Geht es euch gut? rief sie und musterte uns beide. Dieser grimmige Ausdruck war verschwunden. Sie war jetzt einfach ein gewöhnliches Mädchen, das sich um seine Freunde sorgte. Oh mein Gott, ich hatte solche Angst um euch beide. Die Gefühle waren so stark, ich konnte nicht feststellen, was geschah, nur dass irgendetwas ganz, ganz furchtbar schiefgegangen war. Ich sah zu Eddie hinüber, der mit Dawn gerade einen Tanz aufführte. Wir müssen ihm helfen. Ich machte zwei Schritte von der Theke weg und verlor das Gleichgewicht. Sowohl Jill als auch Adrian streckten die Hände nach mir aus. Himmel, Sage, rief er, du bist in ziemlich übler Verfassung. Nicht so übel wie du, protestierte ich. Ich machte mir immer noch Sorgen, dass wir Eddie helfen mussten. Von ihm haben sie mehr getrunken. Ja, aber ich habe keine blutende Armverletzung, bemerkte er. Oder möglicherweise eine Gehirnerschütterung. Das stimmte. Bei all der Aufregung war ich so voller Adrenalin gewesen, dass ich praktisch vergessen hatte, wo Lee mich verletzt hatte. Kein Wunder, dass mir so schwindelig war. Oder vielleicht lag es auch daran, dass jemand meinen Kopf gegen die Wand geschmettert hatte. Gegenwärtig konnte man nur raten. Hier, sagte Adrian sanft. Er streckte seine gefesselten Hände nach meinen Armen aus. Ich kann mich darum kümmern. Langsam breitete sich eine kribbelnde Wärme auf meiner Haut aus. Zuerst war Adriens Berührung tröstlich, wie eine Umarmung. Ich spürte, dass sowohl meine Anspannung als auch die Schmerzen verebbten. Alles war richtig auf der Welt. Er hatte alles unter Kontrolle. Er kümmerte sich um mich. Er setzte seine Magie bei mir ein. Nein! Kreischte ich und riss ihm den Arm mit einer Kraft weg, die ich mir gar nicht zugetraut hätte. Das Grauen und die volle Erkenntnis dessen, was mit mir geschah, waren zu mächtig. Fass mich nicht an! Berühr mich nicht mit deiner Magie! Sage, du wirst dich besser fühlen, glaub mir! erwiderte er und streckte schon wieder die Hände nach mir aus. Ich wich zurück und klammerte mich an den Rand der Theke, um mich festzuhalten. Die flüchtige Erinnerung an diese Wärme und diesen Trost schrumpfte neben dem Entsetzen, das mein Leben lang den Gedanken an Vampirmagie begleitet hatte, zu nichts. Nein, 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 keine Magie, nicht bei mir. Die Tätowierung wird mich heilen, ich bin stark. Sage. Hör auf, Adrian, sagte Jill. Zaghaft kam sie auf mich zu. Alles ist in Ordnung, Sydney. Er wird dich nicht heilen, ich verspreche es. Keine Magie, flüsterte ich. Um Gottes Willen, knurrte Adrian. Das ist doch abergläubischer Schwachsinn. Keine Magie, sagte Jill energisch. Sie zog die Bluse aus, die sie über einem T-Shirt getragen hatte. Komm her, ich werde dir damit die Wunde verbinden, damit du nicht noch mehr blut. Ein ohrenbetäubendes Kreischen ließ uns alle zum Wohnzimmer herumfahren. Eddie hatte es gerade geschafft, seinen Flock mitten in Dawns Brust zu rammen. Während meines kurzen Ringkampfs mit Adrian und Jill musste Dawn einige Treffer bei Eddie gelandet haben, denn er hatte einen großen roten Abdruck auf einer Seite seines Gesichts, und seine Lippen bluteten. In seinem harten Blick lag jedoch ein Triumph, als er den Flock herauszog und zusah, wie Dawn stürzte. Trotz der großen Verwirrung und allen Grauens gewannen grundlegende Alchimisteninstinkte wieder die Oberhand. Die Gefahr war gebannt. Nun waren bestimmte Prozeduren durchzuführen. Die Leichen, sagte ich. Wir müssen sie vernichten. Ich habe eine Fiole in meiner Handtasche. Hehe, he, rief Adrian, während sowohl er als auch Jill mich festhielten. Bleib, wo du bist. Kestal kann sie holen. Der einzige Ort, an den du gehst, ist die Praxis eines Arztes. Ich rührte mich zwar nicht, protestierte jedoch sofort gegen diese letzte Bemerkung. Nein! Keine Ärzte. Zumindest musst du, du musst einen Arzt holen, der auch Alchemist ist. In meiner Handtasche sind die Telefonnummern. Geh und hol die Handtasche, befahl Adrian Jill, bevor sie hier ja einen Anfall bekommt. Ich werde den Arm verbinden. Ich warf ihm einen warnenden Blick zu. Daraufhin beteuerte er. Ohne Magie. Was die Sache übrigens zehnmal leichter machen würde. Meine Wunde wird von allein heilen erwiderte ich und sah Jill nach, wie sie meine Tasche holte. Du weißt hoffentlich auch, fügte Adrian hinzu, dass du dein Diätfilme jetzt mal überwinden und ein paar Kalorien zu dir nehmen musst, um den Blutverlust auszugleichen. Zucker und Flüssigkeiten, genau wie bei Clarence. Nur gut, dass jemand diese ganzen Süßigkeiten auf der Theke eingetötet hat. Eddie trat zu Jill hinüber und sie hielt inne, als er sie fragte, ob es ihr gut gehe. Sie versicherte ihm, dass es so sei, und obwohl Eddie ein Gesicht machte, als könne er ungefähr fünfzig weitere Stryker töten, war da auch ein Ausdruck in seinen Augen. Etwas, das mir noch nie zuvor aufgefallen war, was ich übrigens kaum glauben konnte. Etwas, worüber ich würde nachdenken müssen. »Verdammt«, murmelte Adrian, während er mit den Verbänden herumfummelte. »Eddie, durchsuch doch Lies Leichnam mal nach einem Schlüssel für die gottverdammten Handschellen.« Jill war in ein Gespräch mit Eddie vertieft gewesen. Er starrte jedoch bei den Worten Lies Leichnam. Ihr Gesicht wurde so bleich, dass sie eine der Toten hätte sein können. In all der Verwirrung hatte sie Lies Leichnam in dem Sessel gar nicht bemerkt. Es war zu viel los gewesen, was mit den stryker zu tun gehabt hatte, zu viel Ablenkung durch die Bedrohung, die sie darstellten. Sie ging einige Schritte auf das Wohnzimmer zu, und das war der Moment, in dem sie ihn sah. Ihr Mund öffnete sich, doch es kam nicht sofort ein Laut heraus. Dann rannte sie los und packte ihn kreischend an den Händen. Nein, rief sie. Nein, nein, nein. Sie schüttelte ihn, als würde ihn das wecken. Wie der Blitz war Eddie an ihrer Seite und legte die Arme um sie, während er unsinnige Dinge murmelte, um sie zu beruhigen. Sie hörte ihn gar nicht. Ihre ganze Welt war Lee. Mir schossen Tränen in die Augen. Ich hasste es, dass sie da waren. Lee hatte versucht, mich zu töten, und dann andere herbeigerufen, um mich zu töten. Er hatte in seinem Kielwasser eine Spur von Toten hinterlassen. Ich sollte froh sein, dass er tot war, aber trotzdem war ich traurig. Er hatte Jill auf seine wahnsinnige Art geliebt, und der Schmerz in ihren Zügen machte mir klar, dass sie ihn ebenfalls geliebt hatte. Das Geistband hatte ihr weder seinen Tod noch seine Rolle bei unserer Gefangennahme offenbart. Im Augenblick dachte sie einfach, er sei ein Opfer der Strigel gewesen. Bald genug würde sie die Wahrheit über seine Motive erfahren. Ich wusste nicht, ob das ihren Schmerz lindern konnte. Vermutlich nicht. Seltsamerweise kam mir ein Bild von Adrians Gemälde in den Sinn, das Liebe tituliert war. Ich dachte an den gezackten roten Streifen, der sich durch die Schwärze zog und sie zerriss. Während ich Jill in ihrem untröstlichen Schmerz betrachtete, verstand ich sein Kunstwerk plötzlich ein klein wenig besser. Kapitel 26 Ich brauchte Tage, bis ich mir endlich die ganze Geschichte zusammenreimen konnte, sowohl die von Lee, als auch den Teil, wie Eddie und Jill uns in jener Nacht zur Hilfe gekommen waren. Sobald ich in Lee das fehlende Teil entdeckt hatte, ließen sich die Morde an Tamara, Kelly, Melody und Dina, dem menschlichen Mädchen, das er erwähnt hatte, leicht zu einer Kette zusammenfügen. Alle waren während der letzten fünf Jahre getötet worden, entweder in Los Angeles oder Palm Springs, und für einige existierten dokumentarische Aufzeichnungen, dass er sie gekannt hatte. Er hatte seine Opfer nicht willkürlich gewählt. Das Wenige, das wir über Lees Geschichte in Erfahrung bringen konnten, stammte von Clarence, obwohl selbst dies noch verworren war. Unseren besten Vermutungen nach war Lee vor ungefähr 15 Jahren gegen seinen Willen in einen Stryker verwandelt worden. Er hatte zehn Jahre in diesem Zustand verbracht, bis ein Geistbenutzer ihn wiederhergestellt hatte. Zu Lees großem Entsetzen. Clarence hatte schon damals seinen Verstand nicht mehr ganz beieinander gehabt und sich nicht gefragt, weshalb sein Sohn nach zehn Jahren heimkehrte, ohne auch nur ein wenig gealtert zu sein. Er wich unseren Fragen über Lees Zeit als Strigoy aus, und wir wussten nicht, ob er einfach keine Ahnung hatte oder ob er sich schlicht verleugnete. Gleichermaßen blieb unklar, ob Clarence wusste, dass sein eigener Sohn hinter Tamaras Tod steckte. Die weit hergeholte Vampirjäger-Theorie war für ihn wahrscheinlich leichter zu ertragen als die mörderische Wahrheit über seinen Sohn. Nachforschungen an Lee's College in Los Angeles ergaben, dass er seit der Zeit, bevor er zum Strigoy geworden war, nicht mehr dort eingeschrieben gewesen war. Nach seiner Rückverwandlung zum Mora hatte er das College als Vorwand benutzt, um in Los Angeles zu bleiben, wo er leichte Opfer fand und wir vermuteten, dass es mehr gab, als unsere Unterlagen verrieten. Unseren Beobachtungen nach hatte er anscheinend versucht, von einigen Mitgliedern jeder Rasse zu trinken, da er hoffte, eines davon werde das Opfer sein, das in der Lage sei, ihn wieder zum Striker zu machen. Weitere Nachforschungen über Kelly Hayes hatten etwas ergeben, das ich mir schon von Anfang an hätte denken sollen. Sie war ein Dampier gewesen. Sie sah menschlich aus, aber diese umwerfenden Sportrekorde waren letztlich der entscheidende Hinweis. Lee war vor fünf Jahren bei einem Besuch seines Vaters auf sie aufmerksam geworden. Es war nicht leicht, einen Dampir zu überwältigen, was der Grund dafür war, weshalb Lee sich die Mühe gemacht hatte, mit ihr auszugehen und ihr Vertrauen zu gewinnen. Keiner von uns wusste etwas über den verdammten Geistbenutzer, der ihn wieder zum Mauer gemacht hatte, obwohl das sowohl die Alchemisten als auch die Mora interessiert hätte. Man wusste nur von sehr wenigen Geistbenutzern, und da in ihren Kräften noch immer so viel Unbekanntes war, wollten alle mehr erfahren. Clarence beharrte darauf, nichts über diesen mysteriösen Geistbenutzer zu wissen. Ich glaubte ihm. Die ganze Woche über kamen Alchemisten nach Palm Springs, tilgten die Spuren der Geschehnisse und verhörten alle Beteiligten. Ich selbst traf mich mit etlichen von ihnen, erzählte meine Geschichte wieder und wieder und hatte schließlich an einem Sonntag beim Mittagessen meine letzte Unterredung mit Stanton. Irgendwie verspürte ich ein perverses Interesse zu erfahren, was mit Keith geschehen war, beschloss aber angesichts all der anderen Ereignisse, das Thema nicht anzuschneiden. Er war nicht hier, und das war alles, was für mich zählte. Lees Autopsie hat den Ärzten zufolge nichts offenbart, was nicht auf einen gewöhnlichen Maura hinweisen würde, erklärte Miss Stanton zwischen zwei Bissen Linguine Carbonara. Anscheinend schloss es sich nicht aus, gleichzeitig zu essen und über Leichen zu sprechen. Aber andererseits käme etwas magisches wahrscheinlich ohnehin nicht ans Licht. Aber es muss etwas Besonderes an ihm gewesen sein, wandte ich ein. Und schob mein eigenes Essen einfach auf dem Teller hin und her. Die Tatsache, dass sein Alterungsprozess verlangsamt war, muss doch Beweis genug sein. Aber alles andere? Ich meine, er hat von so vielen Opfern getrunken. Und dann habe ich gesehen, was ihm Jacqueline angetan hat. Das hätte funktionieren sollen. Das Prozedere war absolut korrekt. Es erstaunte mich, dass ich so klinisch darüber reden, so losgelöst klingen konnte. In Wirklichkeit hatte ich jedoch nur in den Alchemistenmodus geschaltet, der mir zur zweiten Natur geworden war. In mir hatten die Ereignisse jener Nacht dauerhafte Spuren hinterlassen. Wenn ich zur Schlafenszeit die Augen schloss, sah ich ständig Lee's Tod und Jacqueline vor mir, die ihm das Blut einflößte. Lee, der Jill Blumen geschenkt und uns alle zum Minigolf gebracht hatte. Stanton nickte nachdenklich was darauf schließen ließe, dass Personen, die Strigoy waren und zurückgeholt wurden, auf immer immun gegen eine weitere Verwandlung sind. Wir saßen einen Moment lang schweigend da und ließen das Gewicht dieser Worte auf uns einwirken. Das ist ungeheuerlich, sagte ich schließlich. So viel zum Thema Untertreibung. Lee stellte uns vor eine Anzahl von Rätseln, er hatte erst zu altern begonnen, als er wieder ein Mora gewesen war, aber dann wesentlich langsamer. Warum? Wir wussten es nicht, aber das allein war eine monumentale Entdeckung, genau wie mein Verdacht, dass er nicht länger Mora-Magie hatte anwenden können. Ich war zu panisch gewesen, um an dies Verhalten etwas merkwürdig zu finden, als Jill ihn bei unserem Minigolf gebeten hatte, Nebel zu schaffen. Rückblickend kam mir aber der Gedanke, dass ihre Bitten ihn tatsächlich nervös gemacht haben mussten. Und der Rest? Die Tatsache, dass ihn irgendetwas verändert und ihn, wenn auch gegen seinen Willen, davor bewahrt hatte, zu einem Striker zu werden? Ja, ungeheuerlich war noch eine Untertreibung. Allerdings, stimmte mir Stanton zu, die Hälfte unserer Mission besteht darin, Menschen daran zu hindern, ihre Seele gegen Unsterblichkeit einzutauschen gäbe es eine Möglichkeit, diese Magie nutzbar zu machen und herauszubekommen, was Lee geschützt hat, also die Konsequenzen wären weitreichend. Auch für die Mora, stellte ich fest. Ich wusste, dass sie und die Dampire eine Verwandlung in einen Strigoi häufig als Schicksal betrachteten, das schlimmer war als der Tod. Wenn es irgendeine magische Methode gab, wie sie sich selbst schützen konnten, würde das sehr viel bedeuten, da sie Strygoy weitaus häufiger begegneten als wir. Womöglich sprachen wir von einer Art magischer Impfung. Natürlich, sagte Stanton. Obwohl ihr Tonfall verriet, dass ihr die Vorteile für diese Rasse nicht annähernd so sehr am Herzen lagen wie mir. Es könnte sogar möglich sein, in Zukunft die Erschaffung von Strygoy gänzlich zu verhindern. Dann bleibt da nur noch ein Rätsel um ihr Blut. Sie sagten, der Strygoy habe es nicht geschmeckt. Das könnte ebenfalls eine Art Schutz sein. Ich erschauderte bei der Erinnerung. Vielleicht. Es ging alles so schnell, schwer zu sagen. Und es war gewiss kein Schutz davor, dass die Strigoi mir das Genick brechen wollte. Stanton nickte. Damit müssen wir uns bestimmt irgendwann beschäftigen. Aber zuerst sollten wir herausfinden, was genau mit Lee geschehen ist. Nun, erwiderte ich. Geist muss eine Schlüsselrolle spielen, nicht wahr? Lee wurde von einem Geistbenutzer wiederhergestellt. Eine Kellnerin kam vorbei und Stanton bedeutete ihr, sie könne abräumen. Genau. Leider ist die Zahl der Geistbenutzer, mit der wir arbeiten können, sehr beschränkt. Westlester Dragomir hat kaum die Zeit, mit ihren Kräften zu experimentieren. Sonja Karp hat sich erboten zu helfen, was hervorragende Neuigkeiten sind vor allem da sie selbst eine ehemalige Strigoi ist. Zumindest können wir den verlangsamten Alterungsprozess aus erster Hand beobachten. Sie steht allerdings nur für kurze Zeit zur Verfügung, und die Maurer haben auf meinen Antrag auf weitere nützliche Individien noch nicht reagiert. Aber wenn wir einen anderen Geistbenutzer zur Hand hätten, einen, der keine sonstigen Verpflichtungen hat, die ihn daran hindern würden, uns auf Vollzeitbasis zur Verfügung zu stehen, Sie sah mich vielsagend an. Adrian? fragte ich. Meinen Sie, er würde uns bei unseren Forschungen helfen? Bei der Suche nach einer magischen Methode, um sich vor einer Verwandlung in einen Stryger zu schützen? Wie gesagt, neben Sonja und den anderen bekäme er Unterstützung, fügte sie hastig hinzu. Ich habe mit den Mora gesprochen. Sie stellen eine kleine Gruppe von Experten über Strygoid zusammen und wollen sie bald zu uns schicken. Wir brauchen nur noch Adrians Hilfe. Wow, ihr seid aber schnell, murmelte ich. Bei den Worten Adrian und Forschungen hatte ich im Geist Bilder von ihm in einem Labor hervorgebracht, bekleidet mit einem weißen Kittel und über Teströhrchen und Bechergläser gebeugt. Ich wusste zwar, dass die richtigen Forschungen nicht annähernd so aussehen würden, aber es fiel schwer, das Bild abzuschütteln. Außerdem fiel es mir schwer, mir einen Adrian vorzustellen, der sich ernsthaft auf etwas konzentrierte. Allerdings nagte dieser Gedanke an mir, dass Adrian sich sehr wohl konzentrieren würde, wenn er nur etwas hätte, worauf es sich lohnte, sich zu konzentrieren. Ob dies wohl wichtig genug wäre? Ich wusste es wirklich nicht genau. Es war zu schwer zu erraten, welche Aufgabe edel genug sein mochte, um Adrians Aufmerksamkeit fesseln zu können. Aber ich wusste ziemlich genau, dass ich einige wesentlich weniger edle Anreize kannte, die ihn vielleicht doch an Bord holen würden. Wenn sie ihm eine eigene Wohnung besorgen könnten, wette ich, er würde es tun. Erklärte ich schließlich. Er will dringend von Clarence Donahue weg. Stanton zog die Augenbrauen hoch. Das hatte sie nicht erwartet. Na ja, das ist keine so großartige Bitte. Und wir bezahlen sowieso bereits die Miete für Kiefs alte Wohnung. Da er einen einjährigen Vertrag abgeschlossen hat, Mr. Iwaschkoff könnte einfach dort einziehen, nur, nur was? Stanton zuckte schwach die Achseln. Ich wollte die Wohnung eigentlich Ihnen anbieten. Nach langen Debatten haben wir beschlossen, Sie einfach zur ortsansässigen Alchemistin hier zu machen, angesichts von Keith's bedauerlichen Abgang. Sie könnten die Amberwood verlassen, in seine Wohnung ziehen und einfach von dort aus die Aktivität überwachen. Ich runzelte die Stirn. Aber Sie wollten doch, dass ständig jemand bei Jill ist? Das wollen wir auch. Und tatsächlich haben wir nun eine geeignetere Person gefunden. Nichts so für ungut. Die Maurer haben ein Dampiermädchen in Jills Alter aufgespürt. Dieses Mädchen könnte nicht nur als Jills Mitbewohnerin dienen, sondern auch als ihre Leibwächterin. Sie wird mit den Forschern herkommen, daher brauchen Sie sich nicht länger als Schülerin auszugeben. Die Welt drehte sich um mich herum, Alchemistenpläne, ständig in Bewegung. In dieser Woche waren anscheinend viele Entscheidungen gefallen. Ich überlegte, was das bedeuten mochte. Keine Hausaufgaben mehr, keine Highschool Politik, die Freiheit zu kommen und zu gehen, wann immer ich wollte. Aber es bedeutete auch, mich von den Freunden zu verabschieden, die ich gewonnen hatte. Von Trey, Christine und Julia. Ich würde Eddie und Jill nach wie vor sehen, aber nicht mehr so oft. Und wenn ich auf mich allein gestellt war, würden mir die Alchemisten oder mein Vater den College-Kurse finanzieren? Unwahrscheinlich. Muss ich gehen? fragte ich Stanton. Kann ich nicht die Wohnung Adrian überlassen und für eine Weile an der Emberwood bleiben? Zumindest, bis wir eine andere Bleibe für mich finden? Stanton gab sich nicht die Mühe, ihre Überraschung zu verbergen. Ich hatte nicht erwartet, dass Sie in der Schule bleiben wollten, sondern gedacht, dass Sie besonders froh darüber wären, nicht länger ein Zimmer mit einem Vampir teilen zu müssen. Und so schnell stürzten all die Ängste und der Druck, mit denen ich es vor meiner Reise nach Palm Springs zu tun gehabt hatte, wieder auf mich ein. Vampirliebchen. Ich war doch eine Idiotin. Ich hätte mich auf die Chance stürzen sollen, von Jill wegzukommen. Jeder andere Alchemist hätte das getan. Durch mein Angebot zu bleiben, machte ich mich wahrscheinlich wieder verdächtig. Wie konnte ich erklären, dass hinter meiner Entscheidung so viel mehr steckte, als nur ein anderer Mitbewohner? Oh, sagte ich und setzte eine neutrale Miene auf. Als sie sagten, sie würden Jill einen Dampier ihres eigenen Alters besorgen, bin ich davon ausgegangen, dass sie die Mitbewohnerin sein würde und ich nicht länger ein Zimmer mit Jill teilen müsste? Ich dachte, ich würde mein eigenes Zimmer im Wohnheim bekommen. Das lässt sich wahrscheinlich arrangieren. Und, mal ehrlich, nach manchen, was in letzter Zeit so geschehen ist, habe ich das Gefühl, ich sollte Jill besser noch ein wenig im Auge behalten und das wäre einfacher, wenn ich in der Schule bleibe. Außerdem, wenn eine Wohnung notwendig ist, damit Adrian glücklich wird und sich so desto lieber an der Arbeit beteiligt, die dieses Drygoy-Rätsel macht, dann müssen wir es doch so arrangieren. Ich kann warten. Stanton musterte mich mehrere Sekunden lang und brach das Schweigen erst, als die Bedienung die Rechnung brachte. Das ist sehr professionell gedacht von Ihnen. Ich kümmere mich darum. Danke, erwiderte ich. Ein Glücksgefühl stieg in mir auf und ich lächelte banal, als ich mir Adrians Gesicht vorstellte, wenn er von seiner neuen Wohnung erfuhr. Da ist noch ein weiterer Punkt, den ich nicht verstehe, bemerkte Stanton. Bei der Untersuchung der Wohnung haben wir einen Feuerschaden entdeckt, aber keiner hat uns von einem Zwischenfall mit Feuer berichtet. Ich setzte einen zerknirschten Ausdruck auf. Ehrlich gesagt, durch den Blutverlust und den Biss ist so vieles verschwommen. Ich bin mir nicht wirklich sicher. Keith hatte einige Kerzen. Ich weiß nicht, ob eine angezündet war. Ich muss nur immer an diese Zähne denken und daran, wie schrecklich es war, als ich gebissen wurde. Ja, ja, unterbrach mich Stanton. Meine Ausrede war zwar dürftig, aber nicht einmal sie blieb völlig gleichgültig bei den Gedanken, dass ein Vampir ihr Blut trank. Es war so ziemlich der schlimmste Albtraum eines jeden Alchemisten und ich hatte ein Anrecht auf ein Trauma. Na gut. Machen Sie sich keine Gedanken deswegen. Dieses Feuer ist die geringste unserer Sorgen. Es war allerdings nicht die geringste meiner Sorgen. Und als ich später am Tag wieder auf dem Campus war, ging ich der Sache endlich nach und spürte Mr. Williger auf, die in einem der Bibliotheksbüros arbeitete. Sie wussten es sagte ich und schloss die Tür. Alle Überlegungen hinsichtlich eines Schüler-Lehrer-Verhältnisses waren in diesem Augenblick aus meinem Kopf verschwunden. Ich hatte eine Woche lang an meinem Ärger gekaut und konnte ihn jetzt endlich herauslassen. Mein Leben lang hatte man mich gelehrt, Autoritätspersonen zu respektieren, aber jetzt hatte eine davon mich verraten. Alles, was ich für sie tun sollte, die Abschrift dieser Zauberbücher, dieses Amulett, das ich anfertigen sollte, nur um zu sehen, wie es war. Ich schüttelte den Kopf. Es war alles eine Lüge. Sie wussten es. Sie wussten, dass es echt war. Mr. Williger nahm ihre Brille ab und musterte mich eingehend. Ah, ich entnehme Ihren Worten, dass Sie es ausprobiert haben. Wie konnten Sie mir das antun? rief ich. Sie haben ja keine Ahnung, wie ich zu Magie und dem Übernatürlichen stehe. Oh, erwiderte sie trocken, da habe ich durchaus eine Ahnung. Ich weiß alles über Ihre Organisation. Sie klopfte sich auf die Wange, dorthin, wo ich meine Tätowierung hatte. Ich weiß, warum Ihre Schwester von Aktivitäten im Freien befreit ist, und warum Ihr Bruder so großartige Leistungen im Sport zeigt. Ich bin bestens informiert über die verschiedenen Kräfte, die in unserer Welt am Werk sind und von den meisten Menschenaugen verborgen bleiben. Keine Sorgen, meine Liebe, ich werde es gewiss niemandem erzählen. Vampire interessieren mich nicht. Warum?, fragte ich und beschloss zu überhören, dass sie alles ans Tageslicht geholt hatte, was ich unbedingt geheim halten wollte. Warum ich? Warum haben Sie mich zu allem veranlasst, vor allem wenn Sie behaupten, Sie wüssten, wie ich dazu stehe? Hm. Aus zwei Gründen. Vampire verfügen, wie Sie wissen, über eine Art Magie. Sie haben auf einer sehr grundlegenden, beinahe mühelosen Ebene Kontakt zu den Elementen. Menschen jedoch kennen eine solche Verbindung nicht. Menschen sollten keine Magie benutzen, sagte ich kalt. Sie haben mich dazu gebracht, etwas zu tun, das gegen meine Glaubensgrundsätze verstößt. Damit wir Menschen Magie wirken können, Fuhr sie fort, als hätte ich überhaupt nicht gesprochen. Müssen wir sie der Welt abringen? Magie fällt uns nicht so einfach in den Schoß. Sicher, Vampire benutzen gelegentlich Zauber und gewisse Zutaten. Aber nicht so, wie wir es tun müssen. Ihre Magie geht von innen nach außen. Unsere geht von außen nach innen. Sie erfordert so viel Anstrengung, so viel Konzentration und exakte Berechnung. Nun, die meisten Menschen haben weder die Geduld noch die Fähigkeit dazu. Aber jemand wie Sie? Sie sind seit Sie sprechen können in diesen mühsamen Techniken gedrillt worden. Mehr braucht es also nicht, um Magie einzusetzen, die Fähigkeit zu organisieren und abzumessen? Ich machte mir gar nicht erst die Mühe, meine Geringschätzung zu verbergen. Natürlich nicht. Sie lachte. Es ist doch ein gewisses natürliches Talent vonnöten. Ein Instinkt, der mit Disziplin gepaart ist. Ich habe das bei Ihnen gespürt. Verstehen Sie? Ich besitze selbst eine gewisse Fertigkeit. Dadurch habe ich einen bestimmten Status im Hexenzirkel. Aber sie ist trotzdem relativ gering. Sie hingegen? Ich spüre einen Urquell der Macht in Ihnen. Und mein kleines Experiment hat das bewiesen. Mich fror am ganzen Leib. Das ist eine Lüge, sagte ich. Vampire benutzen Magie, nicht Menschen, nicht ich. Dieses Amulett hat sich aber nicht selbst in Brand gesteckt, gab sie zurück. Leugnen Sie nicht, was Sie sind. Und mit dieser Feststellung können wir von dort aus weitermachen. Ihre angeborene Macht mag größer sein als meine, aber ich bin in der Lage, Ihnen eine elementare Ausbildung in Magie zuteilwerden zu lassen. Ich konnte nicht glauben, was ich da hörte. Es durfte nicht wahr sein. Es schien mir etwas aus einem Film, denn das war auf keinen Fall mein Leben. Nein, stieß ich hervor, Sie sind Sie sind verrückt. Magie ist irreal, und ich verfüge nicht über Magie. Sie ist unnatürlich und falsch. Ich werde meine Seele nicht in Gefahr bringen. So viel Verleugnung seitens einer so guten Wissenschaftlerin, murmelte sie. Ich meine es ernst, sagte ich. Und erkannte meine eigene Stimme kaum wieder. Ich will nichts mit Ihren okkulten Studien zu tun haben. Ich mache gerne Notizen für Sie, besorge Ihren Kaffee, aber wenn Sie weiterhin solche Bemerkungen machen und Forderungen stellen, dann, dann gehe ich ins Sekretariat und verlange, dass man mich einem anderen Lehrer zuteilt. Glauben Sie mir, im Hinblick auf Bürokratie und Verwaltungskram verfüge ich nämlich wirklich über angeborene Fähigkeiten. Sie lächelte beinahe. Aber dann erlosch das Lächeln. Sie meinen es also ernst? Sie weisen dieses erstaunliche Potenzial, diese Entdeckung, tatsächlich zurück? Ich gab keine Antwort. Dann soll es eben so sein. Sie seufzte. Es ist ein Verlust und eine Verschwendung. Aber Sie haben mein Wort, dass ich das Thema nicht wieder zur Sprache bringe. Es sei denn, Sie selbst tun es. Das, erwiderte ich vehement, wird nicht passieren. Statt einer Antwort zuckte Mr. Williger nur die Achseln. Also schön. Da Sie schon einmal hier sind, können Sie mir gerade so gut auch einen Kaffee holen. Ich ging zur Tür, doch dann fiel mir noch etwas ein. Haben Sie bei Nevermore angerufen und sich nach Vampiren erkundigt? Warum in aller Welt sollte ich das tun? fragte sie zurück. Ich weiß doch längst, wo ich sie finden kann. Großartig, dachte ich. Ein weiteres Rätsel. Später an diesem Tag schaffte ich es in die Cafeteria, als Eddie, Jill und Micah gerade ihr Abendessen beendeten. Jill fand sich, was verständlich war, noch immer nur schwer mit Lees Tod und all den Dingen, die wir aufgedeckt hatten, ab, einschließlich seines Wunsches, sie zu seiner untoten Königin zu machen. Sowohl Eddie als auch ich hatten so viel wie möglich mit ihr gesprochen. Aber Maika schien die beruhigendste Wirkung auf sie auszuüben, was wohl daran lag, dass er das Thema nie offen zur Sprache brachte. Er wusste, dass Lee gestorben war, hielt es jedoch für einen Unfall und hatte natürlich keine Ahnung von den vampirischen Verbindungen. Während Eddie und ich uns ständig als Amateurpsychologen versuchten, war Maika einfach darauf aus, sie abzulenken und sie glücklich zu machen. Wir müssen gehen, sagte er entschuldigend, als ich mich setzte. Rachel Walker gibt uns eine Unterrichtsstunde an einer der Nähmaschinen. Eddie sah ihn kopfschüttelnd an. Ich weiß immer noch nicht, warum du dich für einen Nähklub eingeschrieben hast. Das stimmte natürlich nicht. Wir wussten beide ganz genau, warum Maika dem Club beigetreten war. Jills Gesicht zeigte noch immer den gleichen ernsten Ausdruck, den es schon seit Lees Tod gehabt hatte. Ein Ausdruck, den man bei ihr noch eine ganze Weile sehen würde, vermutete ich. Aber auch der schwache Anflug eines Lächelns umspielte ihre Lippen. Ich glaube, Maike hat das Zeug zu einem richtigen Modeschöpfer. Vielleicht werde ich eines Tages in seiner Show auftreten. Ich schüttelte den Kopf und verbarg mein eigenes Lächeln. Keine Modeljobs. Eine ganze Weile bitte nicht. Nach der Show waren Leah und andere Modeschöpfer an uns herangetreten, und wollten wieder mit Jill arbeiten. Wir hatten zwar ablehnen müssen, um ihre Identität hier zu schützen, aber es hatte Jill traurig gestimmt. Jetzt nickte sie. Ich weiß, ich weiß. Sie stand mit Maika auf. Ich sehe dich dann später in unserem Zimmer, Sidney. Ich würde mich gern noch ein bisschen unterhalten. Ich nickte. Unbedingt. Eddie und ich schauten zu, wie die beiden davoneilten. Ich seufzte. Das wird ein Problem werden, meinte ich zu ihm. Vielleicht, stimmte er mir zu. Aber sie weiß, was sie mit ihm tun kann und was nicht. Sie ist klug. Sie wird Verantwortungsbewusstsein zeigen. Aber er weiß es nicht, erwiderte ich. Ich habe das Gefühl, dass Maika ohnehin schon viel zu verliebt in sie ist. Ich musterte Eddie eingehend. Er und andere Leute auch. Eddie schaute noch immer Maika und Jill nach, Daher brauchte er einen Moment, um zu begreifen, was ich meinte. Er riss den Kopf herum und sah mich an. Hm? Eddie, ich behaupte nicht Expertin in Sachen Liebe zu sein, aber selbst ich kann erkennen, dass du ganz verrückt nach Jill bist. Er wandte prompt den Blick ab, obwohl sein Erröten ihn verriet. Das stimmt nicht. Ich habe es die ganze Zeit über gesehen, aber erst in jener Nacht bei Keith habe ich wirklich verstanden, was ich da sah. Ich habe beobachtet, wie du sie angesehen hast. Ich weiß, was du für sie empfindest. Also, was ich jetzt wissen möchte, ist, wie kommt es, dass wir uns überhaupt noch wegen Maika den Kopf zerbrechen müssen? Warum gehst du nicht einfach mit ihr aus und ersparst uns allen eine Menge Ärger? Weil sie meine Schwester ist, erwiderte er trocken. Eddie, ich meine es ernst. Er schnitt eine Grimasse, holte tief Luft und drehte sich dann wieder zu mir um weil sie etwas Besseres haben kann als mich. Du willst über gesellschaftliche Regeln sprechen? Nun gut. Da wo wir herkommen, haben Mora und Vampire keine ernsten Beziehungen. Ja, aber das ist so etwas wie ein Klassendings, wandte ich ein. Es ist nicht ganz das gleiche wie bei Menschen und Vampiren. Vielleicht nicht, aber bei ihr könnte es gut so sein. Sie ist nicht einfach irgendeine Mora. Sie ist eine Royal, eine Prinzessin. Und du hast doch gesehen, wie sie ist. Klug, stark und schön. Hier sind große Dinge bestimmt, und dazu gehört keine Beziehung mit einem umstrittenen Wächter wie mir. Ihre Blutlinie ist königlich, Teufel und ich. Ich habe keine Ahnung, wer mein Vater ist. Es ist nicht einmal möglich, mit ihr auszugehen. Mein Job besteht darin, sie zu beschützen, auf sie aufzupassen. Einzig und allein darauf habe ich meine ganze Aufmerksamkeit zu richten. Und darum meinst du, sie verdiene es stattdessen mit einem Menschen zusammen zu sein? fragte ich ungläubig. An der Grenze eines Tabus tanzend, das eure beiden Rassen erhält? Es ist nicht ideal, gab er zu, aber sie kann sich trotzdem amüsieren und Was wäre, wenn es ein anderer Junge wäre? unterbrach ich ihn. Was wenn ein anderer Mensch mit ihr ausgehen wollte und sie einfach ein zwangloses Date hätten? Wärst du damit einverstanden? Er antwortete nicht, und ich wusste, dass ich mit meiner Ahnung richtig lag. Hier geht es um viel mehr als nur darum, dass du das Gefühl hast, Jills nicht würdig zu sein, sagte ich. Hier geht es auch um Maika, stimmt's? Darum, dass er dich an Mason erinnert. Eddie erbleichte. Woher weißt du das? Adrian hat es mir erzählt. Zur Hölle mit ihm murmelte Eddie. Warum kann er nicht so ahnungslos sein, wie er tut? Diese Worte entlockten mir ein Lächeln. Du schuldest Maika gar nichts. Gewiss schuldest du ihm nicht Jill. Er ist nicht Mason, wie sehr die beiden einander auch ähneln mögen. Es ist mehr als das Aussehen, sagte Eddie und wurde nachdenklich. Es ist auch die Art ihres Verhaltens. Maika ist genauso offen. Optimistisch, begeistert. So war Mason auch. Es gibt zu wenige Leute auf der Welt, die so sind. Leute, die durch und durch gut sind. Mason wurde der Welt zu früh genommen. Ich werde nicht zulassen, dass das auch mit Maika passiert. Maika ist nicht in Gefahr, sagte ich sanft. Aber er verdient etwas Gutes. Und selbst als Mensch ist er immer noch einer der besten Partner für Jill, die ich kenne. Sie verdienen einander. Sie verdienen beide etwas Gutes. Und darum wirst du dafür leiden? Weil du so in Jill verknallt und ganz davon überzeugt bist, dass sie einen Prinzen verdient, der du nicht bist? Und weil du es für deine Pflicht hältst, alle Masons auf der Welt zu unterstützen? Ich schüttelte den Kopf. Eddie, das ist verrückt. Und selbst du musst das einsehen. Vielleicht, gab er zu. Aber ich habe das Gefühl, dass es das Richtige ist. Das Richtige? Es ist masochistisch. Du ermutigst das Mädchen, das du haben willst, darin mit einem deiner besten Freunde auszugehen. Ich will, dass sie glücklich ist. Dafür lohnt es sich, mich selbst zu opfern. Das ergibt keinen Sinn. Eddie lächelte schwach und tätschelte mir sanft den Arm, bevor er sich einem näher kommenden Shuttlebus zuwandte. Erinnerst du dich noch, als du gesagt hast, du seist keine Expertin in Sachen Liebe? Nun, da hattest du recht. Kapitel 27 Ich glaube, Adrian hätte allem zugestimmt, um seine eigene Wohnung zu bekommen. Er verschwendete keine Zeit und brachte seine wenigen Besitztümer sofort in Keith's ehemaliges Apartment, sehr zu Clarence entsetzen. Ich musste zugeben, dass mir der alte Mann irgendwie leid tat. Er hatte Adrian ins Herz geschlossen. Und ihn unmittelbar nach Lee zu verlieren, musste besonders hart für ihn sein. Clarence stellte unserer Gruppe nach wie vor sein Haus und seine Spenderin zur Verfügung, weigerte sich jedoch, etwas von dem zu glauben, was wir ihm über Lee und die Stryger erzählten. Selbst nachdem er akzeptiert hatte, dass Lee tot war, gab er die Schuld auch weiterhin den Vampirjägern. Kurz nach seinem Umzug besuchte ich Adrian. Uns hatte die Nachricht erreicht, dass die Forschungsgruppe der Mauer an diesem Tag in der Stadt eintreffen sollte, und wir hatten beschlossen, uns zuerst mit ihnen zu treffen, bevor wir Jill und Eddie hinzuzogen. Wie zuvor begleitete Abe die Neuankömmlinge, darunter Sonja und Jills neue Mitbewohnerin. Ich hatte den Eindruck, dass vielleicht noch andere bei ihnen waren, kannte die Einzelheiten allerdings bisher noch nicht. Hallo, sagte ich, als mich Adrian in seine Wohnung ließ. Er war erst seit zwei Tagen dort, aber die Verwandlung war verblüffend. Mit Ausnahme des Fernsehers war keines der ursprünglichen Möbelstücke dort geblieben. Alles war anders, und selbst die Anordnung hatte sich verändert. Sogar der Anstrich war neu, und der Geruch frischer Farbe hing schwer in der Luft. Gelb, hm? fragte ich, während ich die Wände betrachtete. Die Farbe heißt Goldrute, korrigierte er mich. Sie soll munter und beruhigend sein. Ich wollte gerade darauf hinweisen, dass diese beiden Eigenschaften einander eigentlich ausschlossen, entschied mich dann aber dagegen. Die Farbe, auch wenn sie leicht abstoßend war, verwandelte das Wohnzimmer vollkommen. Durch sie und wegen der Fensterläden, die Kies schwere Vorhänge verdrängt hatten, war der Raum jetzt voller Farbe und Licht, was viel dazu beitrug, die Erinnerung an den Kampf zu verschleiern. Beim Gedanken daran schauderte ich. Selbst wenn die Wohnung nicht benötigt worden wäre, um Adrians Hilfe zu sichern, war ich doch nicht davon überzeugt, dass ich sie hätte annehmen und hier wohnen können. Die Erinnerung an dies Tod und an die beiden Strigoy Frauen, war einfach zu stark. Wie hast du dir neue Möbel leisten können? fragte ich. Die Alchemisten hatten ihm die Wohnung überlassen, aber damit war kein weiteres Stipendium verbunden. Ich habe die alten Sachen verkauft, antwortete Adrian, der sich darüber sehr zu freuen schien. Dieser Fernsehsessel. Er stockte, und für einen Moment glitt ihm ein Ausdruck der Besorgnis übers Gesicht. Ich fragte mich, ob auch er sich vorstellen konnte, wie Lee in diesem Sessel verblutet war. Dieser Fernsehsessel war viel Geld wert. Er war schrecklich überteuert, selbst nach meinen Maßstäben. Aber ich habe genug dafür bekommen, um die restlichen Sachen zu ersetzen. Alles ist gebraucht, aber was blieb mir auch schon anderes übrig? Es ist schön, meinte ich, und strich mit der Hand über ein zu dick gepolstertes, kariertes Sofa. Vor diesen Wänden sah es schauerlich aus, war anscheinend aber in gutem Zustand. Darüber hinaus waren die grellen Möbel ebenso wie die leuchtend gelbe Farbe eine große Hilfe dabei, die Erinnerungen an das Geschehene so schwach wie möglich zu halten. »Du musst ziemlich klug eingekauft haben. Ich nehme an, du nimmst nicht oft gebrauchte Sachen.« »Um nicht zu sagen, nie«, sagte er, »du hast ja keine Ahnung, auf welches Niveau ich mich hier herablassen musste.« sein erfreutes Lächeln verblasste ein wenig, während er mich aufmerksam musterte. Wie kommst du klar? Ich zuckte die Achseln. Gut. Warum auch nicht? Was mir zugestoßen ist, ist nicht annähernd so schlimm wie das, was Jill durchgemacht hat. Er verschränkte die Arme vor der Brust. Ich weiß nicht. Jill hat schließlich nicht mit angesehen, wie ein Mann vor ihren Augen gestorben ist. Und lass uns nicht vergessen, dass derselbe Mann dich nur Sekunden zuvor töten wollte, um wieder von den Toten aufzuerstehen. Das war mir während der letzten Woche oft durch den Kopf gegangen. Es waren Ereignisse, die zu überwinden eine ganze Weile dauern würde. Manchmal fühlte ich überhaupt nichts. Dann wieder stürzte die Wirklichkeit der vergangenen Geschehnisse so schnell und hart auf mich ein, dass mir die Luft wegblieb. Strigoy Albträume waren an die Stelle der Träume von Umerziehungslagern getreten. Ich komme tatsächlich besser klar, als du vielleicht meinst, sagte ich langsam und sah unbestimmt vor mich hin. Natürlich, es ist schrecklich, was mit Lee passiert ist. Und auch das, was er getan hat, ist entsetzlich. Ich habe das Gefühl, es mit der Zeit überwinden zu können. Weißt du, worüber ich am meisten nachdenke? Worüber? fragte Adrian sanft. Die Worte schienen ohne meine Kontrolle aus mir hervorzusprudeln. Ich hatte nicht erwartet, es jemandem zu erzählen, und gewiss nicht ihm. Überließ Bemerkung, dass ich mein Leben vergeude und mich von Leuten fernhalte. Und dann hat er mir bei diesem letzten Treffen mit Keith gesagt, ich sei naiv und würde die Welt nicht verstehen. Was sogar in einem gewissen Maß zutrifft. Ich meine nicht, dass ihr böse wäret, aber. Dass ich naiv bin, ich hätte bei Jill vorsichtiger sein sollen. Ich hatte das Beste von Lee geglaubt, obwohl ich hätte wachsamer sein sollen. Ich bin kein Kämpfer, so wie Eddie, aber ich bin ein Beobachter der Welt. Oder zumindest glaube ich das gern. Doch ich habe versagt. Ich bin nicht besonders gut im Umgang mit Leuten. Sage, dein erster Fehler bei dieser ganzen Sache ist der, dass du dir irgendetwas zu Herzen nimmst, das Keith Dunnell gesagt hat. Der Bursche ist ein Idiot, ein Arschloch und noch viel mehr als das, was man in Gegenwart einer Dame wie dir nicht aussprechen sollte. Siehst du? fragte ich. Du hast dir selbst gerade zugegeben, dass ich sowas wie eine unberührbare, reine Seele bin. Ich habe nichts dergleichen gesagt, widersprach er. Ich will darauf hinaus, dass du Kies um Längen überlegen bist und die Sache mit lieber nichts als blödes, lächerliches Pech. Vergiss nicht, auch von uns hat es keiner kommen sehen. Da warst du nicht die einzige. Das ist keine besondere Schande deinerseits, oder? Er zog die Augenbrauen hoch. Vielleicht doch. Hast du nicht gesagt, dass Lee erwogen hatte, Keith zu töten, um an Alchemistenblut zu kommen? Ja, aber Keith ist zu schnell verschwunden. Na bitte, da hast du es. Selbst ein Psychopath hat deinen Wert so klar erkannt, dass er zuerst jemand anderen töten wollte. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Das hebt mit Sicherheit meine Stimmung. Adrian zuckte die Achseln. Was ich eben gesagt habe, gilt trotzdem. Du bist eine in sich ruhende Person, Sage. Du bist nett anzusehen, wenn auch ein wenig mager. Und deine Fähigkeit, dir nutzlose Informationen einzuprägen, wird irgendeinen Burschen absolut faszinieren. Schlag dir Kies und Lee aus dem Kopf, die haben nichts mit deiner Zukunft zu tun. Marga? fragte ich und hoffte, dass ich nicht errötete. Außerdem hoffte ich, dass er, wenn ich nur entrüstet genug klang, nicht mitbekommen werde, wie sehr mich die andere Bemerkung entwaffnet hatte. Nett anzusehen. Es war zwar nicht direkt das gleiche, als hätte er gesagt, ich sei ein Fleischgewordenes Supergirl oder gnadenlos schön, aber nachdem ich mein Leben lang äußerlich als akzeptabel gegolten hatte, war es ein berauschendes Kompliment. Vor allem aus seinem Mund. Ich sage es einfach so, wie es ist. Beinahe hätte ich gelacht. Ja. Ja, das tust du. Jetzt erzähl mir etwas über ein anderes Thema, bitte. Das hier bin ich langsam leid. Aber sicher. Adrian brachte mich manchmal auf die Palme. Aber ich musste zugeben, dass ich sehr viel für seine kurzen Spannenden Aufmerksamkeit übrig hatte. Da ließ sich unangenehmen Themen so viel leichter ausweichen. Oder zumindest glaubte ich es. Riechst du das? Ein Bild von den Leichen blitzte in meinem Kopf auf, und für einen Moment konnte ich nur denken, dass er auf den Geruch von Verwesung anspielte. Dann schnupperte ich noch einmal. Ich rieche die Farbe und, warte, ist das Kiefer? Er wirkte beeindruckt. Verdammt richtig. Nach Kiefer duftendes Reinigungsmittel. Also, ich habe hier sauber gemacht. Er zeigte mit einer dramatischen Geste zu der Küche hinüber. Mit diesen Händen. Diesen Händen, die keine körperliche Arbeit verrichten. Ich starrte in die Küche. Wofür hast du es benutzt? Für die Schränke? Die Schränke sind in Ordnung. Ich habe den Boden und die Theke geputzt. Ich musste eher verwirrt als begeistert gewirkt haben, da er hinzufügte Ich bin sogar auf die Knie gegangen. Du hast für den Boden und die Arbeitsplatten Reinigungsmittel mit Kiefernduft benutzt? fragte ich. Der Boden war gefliest. Die Arbeitsplatten bestanden aus Granit. Adrian runzelte die Stirn. "Ja, na und?" Er schien so stolz darauf zu sein, ausnahmsweise einmal etwas geschrubbt zu haben, dass ich mich nicht dazu überwinden konnte, ihm zu erzählen, dass solche Reinigungsmittel eigentlich nur für Holz benutzt wurden. Also bedachte ich ihn mit einem ermutigenden Lächeln. "Na ja, sieht großartig aus." Jetzt musst du mal zu mir kommen und mein neues Wohnzimmer putzen. Es ist vollkommen verstaubt. Auf keinen Fall, Sage. Mein eigener Hausputz war schon schlimm genug. Aber ist es das wert? Wenn du bei Clarence geblieben wärst, hättest du eine Küche mit Putzfrau im Haus gehabt. Das ist es eindeutig wert. Ich hatte niemals wirklich und wahrhaftig ein eigenes Zimmer. Bei Hof hatte ich irgendwie eins. Aber es hätte gerade so gut ein besseres Wohnheimzimmer sein können. Doch dieses hier, das ist großartig. Selbst mit der Putzerei. Danke. An die Stelle des komischen Ausdrucks von Entsetzen, den er bei unserem Gespräch über den Hausputz gezeigt hatte, war jetzt eine absolute Ernsthaftigkeit getreten, während er mich mit diesen grünen Augen taxierte. Ich fühlte mich unter diesem Blick plötzlich unwohl. Und musste an den Geisttraum denken, in dem ich mich gefragt hatte, ob seine Augen im richtigen Leben wohl tatsächlich ebenso grün seien. Wofür? fragte ich. Für das hier. Ich weiß, dass du einige Alchemistenarme dafür verdreht haben musst. Ich hatte ihm nicht erzählt, dass ich die Wohnung für mich selbst abgelehnt hatte. Und für alles andere auch. Dafür, dass du mich nicht aufgegeben hast. Nicht einmal, als ich mich wie ein Riesenarschloch benommen habe. Und du weißt schon, auch dafür, dass du mir das Leben gerettet hast. Ich wandte den Blick ab. Ich habe gar nichts getan. Das war Eddie und Jill. Sie sind diejenigen, die dich gerettet haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihre Rettung noch erlebt hätte, wenn du dieses Miststück nicht in Brand gesetzt hättest. Wie ja, hast du das eigentlich gemacht? Es war nichts, beteuerte ich. Nur eine, ähm, chemische Reaktion aus der Trickkiste der Alchemisten. Seine Augen betrachteten mich abermals und wogen die Wahrheit meiner Worte ab. Ich weiß nicht genau, ob er mir glaubte, aber er ließ die Sache auf sich beruhen. Nun, nach dem Ausdruck auf deinem Gesicht zu urteilen, hast du jedenfalls genau getroffen. Und dann hast du einen abgekriegt. Jeder, der einen Schlag für Adrian Iwaschkov einsteckt, verdient ein gewisses Lob. Ich kehrte ihm den Rücken zu, immer noch ein wenig verlegen wegen des Lobes und nervös nach der Frage nach dem Feuer und ging zum Fenster hinüber. Ja, hm, du kannst beruhigt sein. Es ist einzig und allein aus Eigennutz geschehen. Du hast ja keine Ahnung, wie nervig all der Papierkram wegen eines toten Maura ist. Er lachte. Es war eine der wenigen Gelegenheiten, da ich ihn mit aufrichtigem Humor und Wärme hatte Lachen hören. Und nicht wegen irgendetwas Verbogenem oder Sarkastischem. Okay, Sage, wenn du meinst. Weißt du, du bist viel couragierter als damals, als ich dir zum ersten Mal begegnet bin. Wirklich? Alle möglichen Adjektive auf der Welt stehen dir zur Verfügung und du entscheidest dich ausgerechnet für couragiert? Mit Geplänkel konnte ich umgehen. Solange ich mich darauf konzentrierte, brauchte ich nicht über die Bedeutung hinter seinen Worten nachzudenken oder darüber, dass mein Herzschlag sich ein ganz klein wenig beschleunigt hatte. Nur damit du Bescheid weißt, du bist ein bisschen stabiler als bei unserer ersten Begegnung. Er trat neben mich. "Bitte erzähl es niemanden, aber ich glaube, es war eine gute Idee vom Hof wegzukommen. Dieses Wetter ist ätzend, aber Palm Springs könnte mir tatsächlich gut tun. Die Stadt und all die Wunder, die sie birgt, nämlich ihr, dann die Kunstkurse, Reinigungsmittel mit Kiefernduft. Ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen und schaute zu ihm auf. Meine Bemerkung war halb scherzhaft gewesen, aber es stimmte. Er hatte sich seit unserer ersten Begegnung bemerkenswert verändert. Im Innern war er noch immer ein Mann, der litt, ein Mann, der die Narben dessen trug, was Rose und Dimitri ihm angetan hatten, aber allmählich konnte ich die Spuren von Heilung erkennen. Er war ruhiger und stärker geworden, und wenn er einfach den Kurs halten konnte und für eine Weile keine Krisen mehr auftauchten, dann konnte es tatsächlich zu einer bemerkenswerten Verwandlung kommen. Ich brauchte einige Sekunden des Schweigens, um zu begreifen, dass ich ihn die ganze Zeit über angestarrt hatte, während mein Verstand diese Gedanken entwickelte. Und tatsächlich starrte auch er mich an, mit einem Ausdruck des Staunens. Mein Gott, Sage! Deine Augen? Sind sie dir jemals selbst aufgefallen? Wieder breitete sich ein unbehagliches Gefühl in mir aus. Was ist mit meinen Augen? Die Farbe, flüsterte er. Wenn du im Licht stehst, sie sind umwerfend, wie geschmolzenes Gold. Ich könnte sie malen. Er streckte die Hand nach mir aus, zog sie dann aber wieder zurück. Wunderschön sind sie. Du bist wunderschön. Etwas an der Art, wie er mich ansah, ließ mich erstarren. Und mein Magen schlug purzelbäume, obwohl ich den Grund hierfür nicht recht in Worte fassen konnte. Ich wusste nur, dass er mich anblickte, als sähe er mich zum ersten Mal. Und das machte mir Angst. Ich hatte seine unbefangenen, scherzhaften Komplimente einfach abtun können, aber diese Intensität war etwas gänzlich anderes. Etwas von dem ich nicht wusste, wie ich darauf reagieren sollte. Wenn er mich so ansah, glaubte ich wirklich, dass er meine Augen schön fand. Ich glaubte, dass ich schön war. Und dazu war ich noch nicht bereit. Verwirrt trat ich einen Schritt zurück, weg aus dem Sonnenlicht, weil ich von der Energie seines Blickes weg musste. Ich hatte gehört, dass Geist ihn auf merkwürdige Bahnen abirren lassen konnte, hatte aber keinen Schimmer, ob ich so etwas gerade erlebte. Ich wurde von meinen armseligen Versuchen, eine witzige Bemerkung zu machen, gerettet, als es an der Tür klopfte und wir beide heftig zusammenfuhren. Adrian blinzelte und damit verblasste ein wenig von der Verzückung. Er verzog die Lippen zu dem für ihn so typischen hinterhältigen Grinsen. Es war, als sei nichts Merkwürdiges geschehen. Showtime, hm? Ich nickte und verspürte eine verwirrende Mischung aus Erleichterung, Nervosität und Erregung. Nur dass ich mir nicht gänzlich sicher war, ob diese Gefühle Adrian galten oder unseren Besuchern. Ich wusste nur, dass ich plötzlich leichter atmen konnte als noch wenige Sekunden zuvor. Er ging durchs Wohnzimmer und öffnete mit einer schwungvollen Gebärde die Tür. Abe kam hereingerauscht, prächtig anzusehen in einem graugelben Anzug, der verblüffend gut zu Adrians Malerarbeit passte. Auf dem Gesicht des älteren Mora zeichnete sich ein breites Grinsen ab. Adrian Sidney, wie schön, Sie beide wiederzusehen. Ich glaube, einer von Ihnen kennt diese junge Dame bereits. Er ging an uns vorbei und gab den Blick auf ein hageres Vampirmädchen mit kastanienbraunen Haar und großen blauen Augen frei, die voller Argwohn waren. Hallo Angeline, begrüßte ich sie. Als man mir eröffnet hatte, dass Angeline Daves Jills neue Mitbewohnerin sein würde, hatte ich gedacht, das sei das lächerlichste, was ich je gehört hatte. Angeline gehörte zu den Hütern dieser separatistengruppe von Mora, Dampiren und Menschen, die in der Wildnis von West Virginia lebten. Sie wollten nichts mit der Zivilisation einer unserer Rassen zu tun haben und hatten eine ganze Anzahl bizarrer Sitten. Nicht die unwesentlichste dieser Sitten war ihre verabscheuungswürdige Toleranz, gemischtrassigen Liebesverhältnissen gegenüber. Als ich später noch einmal darüber nachgedacht hatte, war ich zu dem Schluss gekommen, dass Angeline vielleicht doch keine so schlechte Wahl sein musste. Sie war im gleichen Alter wie Jill und würde ihr vielleicht eine engere Bindung ermöglichen als zu mir. Angeline mochte zwar nicht so ausgebildet sein wie ein Wächter wie Eddie, konnte in einem Kampf aber trotzdem bestehen. Wenn jemand Jill etwas antun wollte, würde er seine Liebe not haben, an Angeline vorbeizukommen. Und angesichts der Abneigung, die Angelines Leute für besudelte Mora verspürten, hätte sie keinen Grund, die Politik irgendeiner rivalisierenden Splittergruppe zu unterstützen. Während ich sie und ihre fadenscheinigen Kleider betrachtete, fragte ich mich jedoch, wie gut sie sich wohl daran gewöhnen konnte, von den Hütern getrennt zu sein. Sie hatte einen dreisten Ausdruck auf dem Gesicht, wie ich bei meinem Besuch in ihrer Gemeinschaft gesehen hatte, aber darunter lag eine gewisse Nervosität, während sie Adrians Wohnung musterte. Nachdem sie ihr ganzes Leben im Wald verbracht hatte, war diese kleine Wohnung mit dem Fernseher und dem Schottenmustersofa wahrscheinlich der Inbegriff des modernen Luxus für sie. »Angeline«, sagte Abe, »das ist Adrian Iwaschkov. Adrian streckte die Hand aus und schaltete seinen natürlichen Charme ein. Ist mir ein Vergnügen. Nach einem kurzen Zögern ergriff sie seine Hand. Freut mich, Sie kennenzulernen, sagte sie mit ihrem seltsamen südlichen Akzent. Sie musterte ihn noch einige Sekunden lang. Sie sehen zu so hübsch aus, um nützlich zu sein. Unwillkürlich schnappte ich nach Luft. Adrian kicherte und schüttelte ihre Hand. Wahre Worte wurden nie gesprochen, gab er zurück. Abe schaute mich an. Auf meinem Gesicht stand wahrscheinlich ein Ausdruck des Entsetzens, da ich bereits an die Schadensbegrenzung dachte, die ich hier betreiben müsste, wenn Angeline an der Amberwood etwas sagte oder tat, was völlig daneben war. Sidney wird zweifellos den Wunsch haben, sie darüber ins Bild zu setzen, was von ihnen erwartet wird, bevor sie mit der Schule anfangen, bemerkte Abe diplomatisch. Zweifellos, wiederholte ich. Adrian war von Angeline weggetreten, grinste aber noch immer. Überlass das dem Küken. Noch besser, lass Kestall das machen. Es wird ihm gut tun. Abe schloss die Tür, jedoch nicht bevor ich hinter ihm in den leeren Flur schauen konnte. Es sind nur sie beide da, nicht wahr? fragte ich. Ich habe gehört, dass noch mehr kämen. Eine dieser Personen ist Sonja, oder? Abe nickte. Sie werden gleich oben sein. Sie parken gerade den Wagen. Hier in der Gegend ist es schrecklich schwer, einen Parkplatz zu finden. Adrian sah mich an, als ihm eine Erkenntnis kam. He, erbe ich eigentlich auch Kies Auto? Ich fürchte nein, antwortete ich. Es hat seinem Dad gehört. Er hat es zurückgenommen. Adrian machte ein langes Gesicht. Abe schob die Hände in die Taschen und schlenderte lässig durchs Wohnzimmer. Angeline blieb, wo sie war. Ich glaube, sie war noch immer damit beschäftigt, die Lage zu erfassen. »Ah, ja«, murmelte Abe, »der noch vor kurzem so großartige Mr. Danell. Dieser Junge ist doch wirklich von Tragödien verfolgt gewesen, hab ich recht? So ein hartes Leben.« Er hielt inne und drehte sich zu Adrian um. Aber Sie zumindest scheinen von seinem Niedergang profitiert zu haben. Je, sagte Adrian, ich habe mir das ehrlich verdient, also machen Sie mir keine Vorwürfe, dass ich Clarence sitzen gelassen habe. Ich weiß, dass Sie aus irgendeinem seltsamen Grund wollten, dass ich dort bleibe, aber. Und Sie haben es getan, erwiderte Abe schlicht. Adrian runzelte die Stirn. Hm? Sie haben genau das getan, was ich wollte. Ich hatte den Verdacht, dass etwas Merkwürdiges mit Clarence Donahue vorgehe, dass er vielleicht sein Blut verkauft. Ich hatte gehofft, die Verschwörung dadurch aufzudecken, dass ich sie in seinem Haus unterbringe. Abe strich sich auf diese überlegende Art, die ihm so eigen war, das Kinn. Natürlich hatte ich keine Ahnung, dass auch Mr. Danell involviert war. Ebenso wenig hatte ich erwartet, dass sie und diese junge Sydney da sich zusammentun würden, um das Ganze aufzudecken. So weit würde ich kaum gehen, bemerkte ich trocken. Dann kam mir ein seltsamer Gedanke. Warum sollte es Sie eigentlich interessieren, ob Keith und Clarence Vampirblut verkauft haben? Ich meine, wir Alchemisten haben natürlich Gründe, warum wir das nicht wollen. Aber warum Sie? Ein überraschtes Glitzern blitzte in Adrians Augen auf. Gefolgt von einer Erkenntnis. Dann musterte er Abe eindringlich. Vielleicht, weil er keine Konkurrenz will. Mir klappte fast der Unterkiefer herunter. Es war für niemanden ein Geheimnis, weder für die Alchemisten noch für die Mauer, dass Abe Mazer mit illegalen Waren handelte. Dass er aber auch große Mengen an Vampirblut an willigen Menschen verkaufte, das war mir nie in den Sinn gekommen. Aber während ich ihn nun länger betrachtete, begriff ich, dass ich daran hätte denken sollen. Nun, nun, sagte Abe, dem nicht einmal der Schweiß ausbrach, nicht nötig, unangenehme Themen zur Sprache zu bringen. Unangenehm? rief ich. Wenn Sie mit etwas zu tun haben, das. Abe hob eine Hand, um mir Einhalt zu gebieten. Genug, bitte. Denn wenn dieser Satz damit endet, dass Sie sagen, Sie werden mit den Alchemisten reden, dann müssen wir sie unbedingt herholen und über alle möglichen und ungelösten Rätsel sprechen. Wie zum Beispiel über die Frage, wie Mr. Danell sein Auge verloren hat. Ich erstarrte. Das haben die Strygirl getan, erklärte Adrian ungeduldig. Oh, ich bitte Sie, sagte Abe, und ein Lächeln verzerrte seine Lippen. Mein Glaube an Sie ist gerade wiederhergestellt worden. Seit wann beschäftigen Strigoy sich mit derart präzisen Verstümmelungen? Sehr kunstvollen Verstümmelungen, könnte ich hinzufügen. Nicht, dass es irgendwem jemals aufgefallen wäre. Verschwendetes Talent, das sage ich Ihnen. Was sagen Sie da? fragte Adrian entsetzt. Es waren keine Strigoy? Wollen Sie etwa sagen, jemand hat ihm absichtlich das Auge herausgeschnitten? Wollen Sie sagen, dass Sie. Ihm fehlten die Worte, und er schaute einfach zwischen mir und Abe hin und her. Das ist es, nicht wahr? Ihr handelt mit dem Teufel. Aber warum denn? Ich wandte mich unter dem Blick dreier Augenpaare, konnte jedoch auf keinen Fall zugeben, was sich Adrian da allmählich zusammenreimte. Vielleicht hätte ich es ihm erzählen können, wenn wir allein gewesen wären. Vielleicht. Aber ich konnte es ihm nicht erzählen, während Abe so selbstgefällig dreinschaute, und gewiss nicht in Anwesenheit einer Außenseiterin wie Angeline. Ich konnte Adrian nicht erzählen, wie ich meine Schwester Carly nach einem Date mit Keiths vorgefunden hatte. Damals hatte er noch bei uns gelebt und kurz darauf war Carly aufs College gegangen. Sie hatte nicht mit ihm ausgehen wollen, aber unser Vater liebte Keith und hatte darauf bestanden. Keith war sein Goldjunge und konnte gar nichts falsch machen. Keith glaubte das ebenfalls, und konnte deswegen kein Nein als Antwort akzeptieren, als er und Kali allein gewesen waren. Anschließend war sie zu mir gekommen, hatte sich spät in der Nacht in mein Zimmer geschlichen und geschluchzt, während ich sie im Arm gehalten hatte. Meine erste Reaktion war gewesen, es unseren Eltern zu erzählen, aber Kali hatte zu große Angst gehabt, vor allem vor unserem Vater. Ich war jung und beinahe genauso verängstigt wie sie, und bereit, allem zuzustimmen, was sie wollte. Kali hatte mir das Versprechen abgenommen, es unseren Eltern nicht zu erzählen, also beschränkte ich meine Bemühungen darauf, ihr zu versichern, dass es nicht ihre Schuld war. Die ganze Zeit über, so hatte sie mir erzählt, habe Keith ihr gesagt, wie schön sie sei und dass sie ihm keine andere Wahl lasse, dass es für ihn unmöglich sei, den Blick von ihr abzuwenden. Ich hatte sie schließlich davon überzeugt, dass sie nichts falsch gemacht hatte dass sie ihn nicht an der Nase herumgeführt hatte. Aber sie hatte mich trotzdem auf mein Versprechen festgenagelt, stillschweigen zu bewahren. Dies war eines der Dinge in meinem Leben, die ich am meisten bereute. Ich hatte mein Schweigen verabscheut, aber nicht annähernd so sehr, wie ich Kies dafür verabscheut hatte, dass er glaubte, er könne ein so liebes und sanftes Mädchen wie Kali vergewaltigen und ungestraft davonkommen. Erst viel später, als ich meinen ersten Auftrag bekam, und Abe Mazer kennenlernte, hatte ich begriffen, dass es andere Methoden gab, Kies für seine Tat bezahlen zu lassen. Methoden, die es mir ermöglichen würden, mein Versprechen ihr gegenüber dennoch zu halten. Also hatte ich meinen Handel mit dem Teufel gemacht und mich nicht darum geschert, dass er mich dadurch an sich band. Oder dass ich mich auf ein barbarisches Niveau von Rache herabließ. Abe hatte einen getürkten Angriff der Stryker inszeniert und zu Beginn dieses Jahres Kies ein Auge herausgeschnitten. Als Gegenleistung war ich zur Apes dienstbereiter Alchemistin geworden. Auch aus diesem Grund hatte ich Rose bei ihrem Gefängnisausbruch geholfen. Ich stand in seiner Schuld. In gewisser Weise überlegte ich verbittert, hatte ich Kies vielleicht sogar einen Gefallen getan. Mit nur noch einem Auge würde er es vielleicht in Zukunft nicht so unmöglich finden, dieses Auge von nicht interessierten jungen Frauen abzuwenden. Nein, gewiss konnte ich Adrian nichts von all dem erzählen. Doch er sah mich noch immer an, eine Million Fragen auf dem Gesicht, während er herauszufinden versuchte, was um alles in der Welt mich dazu getrieben haben mochte, Abe als Auftragskiller anzuheuern. Plötzlich kamen mir Laurels Worte wieder in den Sinn. Weißt du, du kannst einem manchmal höllische Angst einjagen. Ich schluckte. Erinnerst du dich daran, dass du mich mal gebeten hast, dir zu vertrauen? Ja, antwortete Adrian. Jetzt musst du das Gleiche bei mir tun. Lange Sekunden folgten. Ich konnte mich nicht dazu überwinden, Abe anzusehen, da ich wusste, dass er höhnisch grinsen würde. Couragiert war irgendwie eine Untertreibung, bemerkte Adrian. Und nach einer Zeit, die mir wie eine Ewigkeit vorkam, nickte er langsam. Okay, ich vertraue dir, Sage. Ich vertraue darauf, dass du gute Gründe für das hast, was du tust. Dabei lag in seinen Worten kein Sarkasmus. Er meinte es todernst, und für einen Moment fragte ich mich, wie ich mir ein solches Vertrauen verdient haben mochte. Blitzartig fielen mir die unheimlichen Sekunden kurz vor Apes Erscheinen ein, als Adrian davon gesprochen hatte, mich zu malen. Meine Gefühle waren vollkommen durcheinander gewesen. Danke, sagte ich. Wovon? fragte Angeline. Redet ihr eigentlich? Nichts von Interesse, das kann ich Ihnen versichern, warf Abe ein, der das alles wirklich zu sehr genoss. Lektionen des Lebens, Charakterentwicklung, unbezahlte Schulden, dergleichen Dinge. Unbezahlt? Ich war von mir selbst überrascht, weil ich jetzt einen Schritt vorwärts machte und ihn anfunkelte. Ich habe diese Schuld hundertmal bezahlt. Ich schulde Ihnen gar nichts mehr. Meine Loyalität gehört jetzt ganz und gar den Alchemisten, nicht Ihnen. Wir sind fertig miteinander. Abe lächelte noch immer, aber er geriet leicht ins Schwanken. Ich glaube, dass ich für mich selbst eintrat, brachte ihm aus dem Gleichgewicht. Nun. Das bleibt ab zu … Ah, ein weiteres Klopfen. Hier kommt der Rest unserer Truppe. Er eilte zur Tür. Adrian machte einige Schritte auf mich zu. Nicht schlecht, Sage. Ich glaube, du hast dem alten Maser gerade ein Schrecken eingejagt. Ich spürte, wie sich auf meinem Gesicht ebenfalls ein Lächeln bildete. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es hat sich gut angefühlt. Du solltest häufiger wieder Worte machen, meinte er. Wir grinsten einander an, und während er mich voller Zuneigung betrachtete, spürte ich, wie dieses schwummerige Gefühl zurückkehrte. Wahrscheinlich erlebte er nicht genau dasselbe, aber er verströmte eine unbefangene, fröhliche Stimmung. Selten und sehr reizvoll. Dann deutete er mit dem Kopf auf Abe, der gerade die Tür öffnete. Es ist Sonja. Geistbenutzer konnten einander spüren, wenn sie sich nah genug waren, selbst hinter verschlossenen Türen. Und tatsächlich, als die Tür geöffnet wurde, stolzierte Sonja Karp wie eine Königin herein, hochgewachsen und elegant. Mit ihrem roten zu einem Knoten frisierten Haar hätte die Mora Angelines ältere Schwester sein können. Sonja schenkte uns allen ein Lächeln, obwohl ich einen Schauder nicht unterdrücken konnte, als ich an meine erste Begegnung mit ihr zurückdachte. Damals war sie nicht annähernd so hübsch oder charmant gewesen. Sie hatte rote Augen gehabt und versucht, uns zu töten. Sonja war eine Strigoi, die in eine Mora zurückverwandelt worden war, was sie tatsächlich zu einer idealen Wahl machte, um mit Adrian an der Frage zu arbeiten, wie der Einsatz von Geist verhindern konnte, dass Leute verwandelt wurden. Sonja umarmte Adrian und kam gerade in dem Moment auf mich zu, als noch jemand anders in der Tür erschien. Rückblickend hätte es mich nicht überraschen sollen, wer es war. Wenn wir herausfinden wollten, welche spezielle Geistmagie Lee daran gehindert hatte, sich wieder zurückzuverwandeln, dann brauchten wir alle Daten, die wir erhalten konnten. Und wenn ein wiederhergestellter Striger gut war, dann waren zwei noch besser. Adrian erbleichte und erstarrte, während er den Neuankömmling betrachtete. Und in diesem Moment fielen all meine großen Hoffnungen für ihn in sich zusammen. Bis eben war ich noch davon überzeugt gewesen, dass Adrian, wenn er sich nur von seiner Vergangenheit und all den traumatischen Ereignissen fernhalten konnte, in der Lage sein würde, einen Lebenszweck zu finden und stabiler zu werden. Jetzt aber sah es so aus, als hätte ihn seine personifizierte Vergangenheit wiedergefunden. Und wenn das nicht ein traumatisches Ereignis war, dann wusste ich nicht, was sonst eines sein sollte. Adrians neuer Forschungspartner trat durch die Tür, und ich wusste, dass der unsichere Friede, den wir in Palm Springs gerade aufgebaut hatten, in Kürze zerbrechen würde. Denn es war Dimitri Bellikow.